Er kannte den Tod. Doch an das Töten selbst würde er sich nie gewöhnen. Aber manchmal blieb ihm keine andere Wahl, als seine Skrupel zu überwinden. Andrej presste sich mit angehaltenem Atem in den schwarzen Schlagschatten unter der Treppe und lauschte. Ihm war entsetzlich kalt. Er zitterte am ganzen Leib. Sein Herz hämmerte so laut, dass es jedes andere Geräusch zu übertönen schien und jeder Muskel in seinem Körper war zum Zerreißen angespannt. Er hielt das Schwert mit solcher Kraft umklammert, dass es schon beinahe weh tat. Obwohl rings um ihn herum vollkommene Dunkelheit herrschte, wusste er, dass Blut von der Klinge tropfte und sich zwischen seinen Füßen zu einer schmierigen Pfütze sammelte. Er glaubte, den Dunst des Blutes riechen zu können, vergegenwärtigte sich aber, daß es das Schiff war, dessen düsteren Odem er in sich aufnahm. Es roch falsch. Andrei war in seinem Leben schon auf vielen Schiffen gewesen und er wusste, wie sie riechen sollten. Nach Meer. Nach Salzwasser und Wind, möglicherweise nach Fisch, nach faulendem Holz und moderndem Tauwerk, nach nassem Segelzeug oder auch nach den exotischen Gewürzen und kostbaren Stoffen, die sie transportiert hatten. Dieses Schiff jedoch stank nach Tod. Aber schließlich war er auch noch nie zuvor an Bord eines Sklavenschiffes gewesen. Schritte näherten sich. Polterten einen Moment auf dem Deck über ihm und kam noch näher, entfernten sich dann wieder. Andrei atmete auf. Er hätte den Seemann mit einem Stich ins Herz getötet, rasch, lautlos und vor allem barmherzig, aber er war froh, dass er es nicht hatte tun müssen. Sein Stiefvater Michael Nadasti hatte ihn zu einem überragenden Schwertkämpfer ausgebildet, der im Notfall blitzschnell zu töten vermochte, aber Andrei war nicht hier, um ein Blutbad anzurichten. Dabei war er fest dazu entschlossen gewesen, genau das zu tun, als Frederik und er sich an die Verfolgung des Sklavenschiffes gemacht hatten. Hätten sie Abuduns Sklavensegler sofort eingeholt, oder auch nur am nächsten Tag, hätte er wahrscheinlich versucht, nach und nach die gesamte Mannschaft des Seelenverkäufers auszulöschen. Aber das war nicht geschehen, und Andrei dankte Gott dafür. Es hatte in den letzten Tagen schon genug Tote gegeben, und er selbst hatte Dinge getan, die weitaus schrecklicher waren als alles, was er sich je hatte vorstellen können. Mit Schaudern dachte Andrei an Malthus, den goldenen Ritter, und an das, was passiert war, nachdem er ihn getötet hatte. Andrei verscheuchte den Gedanken. Wenn das alles hier vorbei war, hatte er genug Zeit, um nachzudenken. Oder auch, um zur Beichte zu gehen, obwohl er gerade das sicherlich nicht tun würde. Im Moment galt es, wichtigere Fragen zu klären. Wie sollte er ein Schiff in seine Gewalt bringen, auf dem sich mindestens zwanzig schwer bewaffnete Männer befanden, ohne sie alle umbringen zu müssen? Er wusste, dass er gut war. Sein Schwert war nicht umsonst gefürchtet, aber er kannte auch seine Grenzen. Einer gegen zwanzig, das war unmöglich, selbst wenn dieser eine so gut wie unsterblich war. Unglücklicherweise bedeutete unsterblich nicht auch automatisch unverwundbar. André trat lautlos unter der Treppe hervor und sah nach oben. Die Luke zum Deck stand offen. Es war tiefste Nacht. Der Himmel hatte sich mit Wolken zugezogen, die das Licht der Sterne auslöschten und den Mond verdunkelten, der nicht mehr als ein vage angedeuteter grauer Kreis war. Abgesehen von den Schritten, die sich nun wieder dem Einstieg näherten, war es vollkommen still. Eine Wache, die vermutlich nur auf dem Deck des dickbäuchigen Seglers hin und her ging, um die Langeweile zu vertreiben und nicht im Stehen einzuschlafen. Vielleicht auch, um die Kälte zu verscheuchen, die vom Wasser aufstieg und in die Glieder biss. Das Sklavenschiff hatte an einer flachen Sandbank beinahe in der Flussmitte Anker geworfen. Abodun war ein vorsichtiger Mann. Wenn man vom Sklavenhandel lebte, mußte man das wohl sein. Um ein Haar hätte diese Vorsicht andres Plan schon in den ersten Sekunden vereitelt. Es hatte sich als nicht sonderlich schwierig erwiesen, zur Flussmitte hinauszuschwimmen. Das Donauwasser war eisig und die Strömung weitaus stärker, als er erwartet hatte. Jeder andere Mann wäre an dieser Aufgabe gescheitert und schon auf halbem Weg ertrunken, aber Andre war kein gewöhnlicher Mann, und so war er, wenn auch erst im dritten Anlauf, weil die Strömung ihn immer wieder von der Sandbank wegspülte, lautlos an Bord des Schiffes geklettert. Der Posten oben war leicht zu täuschen gewesen. André hatte gelernt, sich lautlos wie eine Katze zu bewegen und mit den Schatten zu verschmelzen, so dass er nur einen günstigen Moment abpassen musste, um über das dunkle Deck zu huschen und in der offenen Luke zu verschwinden. Dummerweise war es die falsche Luke gewesen. Andrés Plan sah vor, sich in Duns Quartier zu schleichen und den Sklavenhändler an seine Gewalt zu bringen, um sein Leben gegen das der Sklaven einzutauschen, die im Bauch des Schiffes in Ketten lagen. Ein simpler Plan, aber gerade das war es, was André daran gefallen hatte. Die meisten guten Pläne waren einfach. Aber unter der Luke, die er gefunden hatte, befand sich nicht Abuduns Schlafgemach, sondern ein Raum mit einer einzelnen, äußerst massiven Tür, hinter der vermutlich die Sklavenquartiere lagen. Zwei Krieger bewachten den Raum. André hatte einen von ihnen töten müssen und den anderen niedergeschlagen und geknebelt. Er war genauso überrascht gewesen wie die beiden Wächter, die angesichts der fortgeschrittenen Zeit ohnehin nicht mehr aufmerksam waren. Hätte er nur den Bruchteil einer Sekunde später reagiert, hätte es für ihn nicht so günstig ausgehen können. André verscheuchte auch diesen Gedanken. Sein Blick wanderte noch einmal durch den Raum und blieb an der eisenbeschlagenen Tür jenseits der Treppe hängen. Er wusste nicht, was dahinter lag, aber er konnte es sich ziemlich gut vorstellen. Ein dunkler, Möglicherweise mit Gitterstäben in noch kleinere Käfige unterteilter Raum, groß genug für fünfzig Menschen, in dem mehr als hundert Sklaven aneinander gekettet in ihrem eigenen Schmutz lagen. Die Überlebenden aus dem Borsatal, das auch ihm einst Heimat gewesen war. Menschen, die zum großen Teil, wenn auch nur entfernt, mit ihm verwandt waren, die von Vater Dominikus Schergen verschachert worden waren, um seinen inquisitorischen Feldzug gegen angebliche Hexen und Teufelsanbeter zu finanzieren so etwas wie seine Familie. Nun, nicht ganz. Schließlich hatten diese Menschen ihn schon vor einer Ewigkeit aus ihrer Mitte vertrieben, hatten ihn als Ketzer und Dieb gebrandmarkt, als ruchbar wurde, dass er, wenn auch unfreiwillig, in den Kirchenraub in Roturn verstrickt gewesen war. Aber trotzdem konnte er nicht so tun, als wären sie ihm vollkommen fremd. Vielleicht hätte er sich sogar um ihre Befreiung bemüht, wenn ihn mit diesen Menschen gar nichts verbunden hätte, abgesehen davon, dass sie Menschen waren und er die Sklaverei für das schändlichste aller Vergehen hielt. Außerdem hatte er seinem Zögling Frederik versprochen, alles für die Rettung seiner Verwandten aus dem Borsatal zu tun. Die Verlockung war groß, die Tür zu öffnen und die Gefangenen zu befreien. Es gab nicht mal ein Schloss, sondern nur einen schweren eisernen Riegel. Aber es war unmöglich, gut hundert Gefangene zu befreien, ohne dass irgendjemand auf dem Schiff etwas davon merken würde. Sie waren jetzt so lange in Gefangenschaft, dass es auf ein paar Augenblicke mehr oder weniger nicht mehr ankam. Er überzeugte sich noch einmal davon, dass sein Gefangener nicht nur immer noch bewusstlos, sondern auch sicher geknebelt und gefesselt war. Dann legte er das Schwert aus der Hand, ließ sich neben dem Totenwächter auf die Knie sinken und zog ihm das Gewand aus. Dabei bemühte er sich, so wenig Lärm wie möglich zu machen, um den Wächter oben an Deck nicht zu alarmieren. Es kostete ihn erhebliche Überwindung, den einfachen Kaftan überzustreifen, der nass und schwer war, und stank. Der Mann hatte heftig geblutet und im Augenblick des Todes schien er die Beherrschung über seine Körperfunktion verloren zu haben. Der Turban stellt ein Problem dar. André hatte keine Ahnung, wie man einen Turban band, also wickelte er sich das Stück Tuch einfach ein paar Mal um den Kopf und hoffte, dass das etwas missglückte Ergebnis in der Dunkelheit nicht auffiel. Dann Hob er sein Schwert auf und ging schnell und leicht nach vorne gebeugt, so dass sein Gesicht nicht zu sehen war, nach oben. Der Wächter befand sich am anderen Ende des Schiffes, würde aber gleich kehrt machen, um die zweite Hälfte seiner Runde zu beginnen. Das Schiff war nicht groß, allenfalls dreißig Schritte. Er konnte eine Konfrontation mit dem Wächter nicht riskieren, und so wich er mit langsamen Schritten zur anderen Seite des Schiffes aus und lehnte sich lässig gegen die Reling. Sein Herz klopfte. Er versuchte, den Wächter unauffällig aus den Augenwinkeln heraus zu beobachten. Seine Hand fingerte nervös am Griff des Schwertes herum, das er so hielt, dass es nicht zu sehen war. Irgendetwas stimmte nicht. Er spürte es. Der Großteil der Mannschaft lag auf einem niedrigen Aufbau und schlief. Ein paar schnarchten so laut, dass er es deutlich hören konnte. Der Posten, der sich nun herumdrehte, bewegte sich auf eine Art, die zeigte, dass er zum Umfallen müde war und darum kämpfte, nicht im Gehen einzuschlafen. Alles Schien in Ordnung. Aber das war es nicht. Irgendetwas war hier nicht so, wie es zu sein vorgab. Eine Falle? Andrei konnte keinen Grund dafür erkennen. Abodun konnte nicht wissen, dass er hier war. Der Pirat war der Falle, die Graf Bathory ihm gestellt hatte, durch ein geradezu geniales, allerdings auch mehr als riskantes Segelmanöver entkommen. Er hatte sofort Kurs auf den Bosporus genommen, als wolle er durch das Marmarameer die Ägäis ansteuern und direkt auf die großen arabischen Sklavenmärkte zuhalten. Doch dann hatte er sein gedrungenes Frachtschiff eine überraschende Wende vollziehen lassen, um geradewegs wieder nach Norden zu steuern, an Konstanter vorbei, das sie erst kurz zuvor verlassen hatten, und bis hoch ins Donaudelta hinein. Offenbar wollte er flussaufwärts Richtung Tulsche fahren, eine Stadt, die fast so alt war wie Rom und durch ihre günstige Lage den Zugang zu allen drei Donauarmen kontrollierte. Frederik und er hatten das Schiff fast eine Woche lang vom Ufer aus verfolgt, immer in sicherem Abstand, um von den Piraten an Bord nicht entdeckt zu werden. Was alles andere als einfach war, denn das Donaudelta war ein verwirrend großes Gebiet ineinander verwobener Wasserwege, Seen von schilfbedeckter Inseln, tropischer Wälder und Sanddünen. Das Schiff war sehr langsam in den unteren der drei Donauarme hineingefahren und hatte einmal sogar fast einen halben Tag auf der Stelle gelegen, so daß Andrej vermutete, daß der Pirat und Sklavenhändler auf jemanden wartete. Vielleicht auf einen anderen Piraten vielleicht auch auf einen Kunden, dem er seine lebende Fracht verkaufen wollte. Aber so weit würde André es nicht kommen lassen. Der Wächter rief ihm irgendetwas zu, was André nicht verstand. Es mußte türkisch oder auch arabisch sein, die Sprache einer der beiden Völker, aus denen sich der größte Teil der Besatzung rekrutierte. Immerhin hörte er den scherzhaften Ton heraus, hob die linke Hand und gab ein Grunzen von sich, von dem er wenigstens hoffte, daß es als Antwort genügte. Offensichtlich verfehlte es seine Wirkung nicht, denn der Mann lachte nur und setzte seinen Weg fort. Andrej atmete auf. Er konnte hier an Deck keinen Kampf anzetteln, ganz gleich wie schnell er den Piraten auch tötete. Er konnte nicht ausschließen, daß der noch einen Warnschrei ausstieß, der die schlafenden Männer auf dem Achterdeck weckte. Aber die Wache ging vorüber, ohne weitere Notiz von ihm zu nehmen, und nach einem kurzen Augenblick setzte Andrej seinen Weg fort. Nachdem er durch die falsche Luke geklettert war, hatte er zumindest eine ungefähre Vorstellung davon, wie es unter Deck des Schiffes aussah. Er hatte Abudun mehrmals aus der Ferne dabei beobachtet, wie er in der Luke verschwand oder auch daraus auftauchte, einmal nur zur Hälfte bekleidet. Deshalb hatte er angenommen, der Mann schliefe dort, wo in Wirklichkeit die Sklaven untergebracht worden waren. Diesen Fehler galt es jetzt zu korrigieren. Trotzdem musste Abuduns Quartier sich dort unten befinden. Er bewegte sich schnell und lautlos die Treppe hinunter und blieb kurz stehen, um sich zu orientieren, was in der herrschenden Dunkelheit allerdings fast unmöglich war. Er befand sich in einem schmalen, nur wenige Schritte langen Gang, der so niedrig war, dass er nur gebückt daran stehen konnte. Der Gang endete vor einer Wand aus massiven Balken, die ihm eigentlich viel zu wuchtig für ein relativ kleines Schiff wie dieses schienen, bis er begriff, dass er nun auf der anderen Seite des Sklavenquartiers stand, das offensichtlich den Großteil des gesamten Rumpfes einnahm. Die Erkenntnis erfüllte ihn mit neuem Zorn, denn sie bedeutete nichts anderes, als dass Abudun keineswegs nur ein Pirat war, der in der Wahl seiner Beute nicht sonderlich wählerisch war. Dieses Schiff war eigens für den Transport lebender Fracht gebaut worden, Sklaven. Sein Entschluss stand fest. Er würde Abuduns Sklavenschiff auf den Flussgrund schicken. Die Mannschaft würde er schon, obwohl sie vermutlich auch nur aus einer Bande von Mördern und Halsabschneidern bestand, aber das Piratenschiff selbst würde er versenken. Dazu musste er jedoch erst einmal Abodun finden und ausschalten. Erneut beschlich ihn das Gefühl, dass hier irgendetwas nicht stimmte. Er versuchte dieses Gefühl einzuordnen, aber es gelang ihm nicht. Und so konzentrierte er sich wieder auf seine Umgebung. Er war schon viel zu lange hier. Frederik war am Ufer zurückgeblieben, und er hatte ihm eingeschärft, sich nicht von der Stelle zu rühren, ganz egal was geschah, aber er war nicht sicher, wie weit er sich auf Frederik verlassen konnte. Der Junge hatte sich verändert, seit sie Konstanter verlassen hatten, und Andrei war mit jedem Tag weniger sicher, ob ihm diese Veränderung gefiel. Etwas polterte. Andrei fuhr erschrocken zusammen, bevor ihm klar wurde, dass der Lärm nicht in seiner unmittelbaren Nähe, sondern irgendwo über seinem Kopf seinen Ursprung hatte. Hinter einer der beiden Türen, die rechts und links des schmalen Ganges abzweigten, war Abodun. Er umschloß sein Schwert fester, öffnete wahllos die Tür auf der linken Seite und betrat den Raum. Er hatte Glück. Der Raum war winzig und er wirkte noch kleiner, denn er war bis zum Bersten gefüllt mit Kisten, Truhen, Säcken und Bündeln. Eine kleine, aber anscheinend aus purem Gold gefertigte Öllampe, die unter einem schwarzen Rußfleck an der Decke hing, spendete flackerndes rotes Licht das gerade ausreichte, den Raum mit hin und her huschenden Schatten und der Illusion von Bewegung zu erfüllen. Es gab nur ein winziges, mit buntem Bleiglas gefülltes Fenster. Abodun lag, nackt bis auf eine knielange baumwollene Hose, auf einer schmalen, aber mit Seide bedeckten Liege direkt unterhalb des Fensters und schlief. Er schnarchte mit offenem Mund, auf einem kleinen Tischchen neben ihm stand ein bauchiger Weinkrug, daneben lag ein umgestürzter Trinkbecher, der ebenfalls aus Gold bestand und reich mit Edelsteinen und kunstvollen Ziselierungen bedeckt war. Roter Wein war ausgelaufen und bildete eine klebrige, dunkel glitzernde Lache. Abudun schien es mit den Suren des Korans nicht allzu genau zu nehmen, was die kleinen Annehmlichkeiten des Lebens anging. Er war allerdings nicht annähernd so betrunken wie André gehofft hatte. Obwohl André so gut wie keinen Laut verursachte, öffneten sich Abuduns Lieder mit einem Ruck. Er brauchte nur den Bruchteil eines Atemzuges, um die Situation zu erfassen und richtig zu reagieren. Sofort sprang er in die Höhe und griff nach dem Weinkrug auf dem Tisch neben sich, um ihn nach André zu werfen. André machte keinen Versuch, dem Wurfgeschoss auszuweichen, sondern brachte mit einer blitzartigen Bewegung das Schwert in die Höhe. Gleichzeitig trat er gegen den Tisch. Der Krug prallte mit solcher Wucht gegen das Schwert, dass ihm die Waffe aus der Hand gerissen wurde, aber auch Andres Angriff zeigte Wirkung. Der Tisch kippte um. Die Kante aus hartem Eichenholz prallte gegen Abuduns Knie und brachte ihn zu Fall. Der riesenhafte Pirat kippte mit einem Schmerzenschrei zur Seite, und Andre nutzte die winzige Chance, die sich ihm bot, und stürzte sich auf ihn. Eine Mischung aus Überraschung, Schrecken und Verachtung blitzte in Abuduns Augen auf. Der Pirat war mehr als eine Handbreit größer als André, und viel breitschultriger. Jetzt, als André ihn nahezu unbekleidet sah, wurde ihm erst bewusst, wie muskulös und durchtrainiert der Sklavenhändler war. Ein Bär von einem Mann, gegen den er mit bloßen Händen nicht die Spur einer Chance hatte. Abudun schien seine Meinung zu teilen, denn er erwartete gelassen seinen Angriff. André beging nicht den Fehler, sich nach dem Schwert zu bücken, das er fallen gelassen hatte, sondern rammte Abudun das Knie ins Gesicht. Der Pirat keuchte vor Schmerz und kippte nach hinten, umschlang Andrei aber trotzdem in der gleichen Bewegung mit beiden Armen und riss ihn mit sich. Andrei ächzte, als er spürte, dass er den Piraten falsch eingeschätzt hatte. Er war viel stärker, als er geglaubt hatte. Andrei wurde in die Höhe gerissen und rang nach Luft. Seine Rippen knackten, er spürte, wie zwei oder drei brachen. Der bittere Kupfergeschmack von Blut füllte seinen Mund, und der Schmerz wurde für einen Moment so schlimm, dass er das Bewusstsein zu verlieren drohte. Verzweifelt strampelte er mit den Beinen, schlug zwei, dreimal mit der Faust in Abouduns Gesicht und versuchte schließlich, ihm die Finger in die Augen zu bohren. Aboudun drehte mit einem wütenden Knurren den Kopf zur Seite und drückte mit noch größerer Kraft zu. Andres Rippen brachen wie trockene Zweige. Dann erscholl ein lautes, trockenes Knacken. Jegliches Gefühl wich aus Andres unterer Körperhälfte. Er erschlaffte in Abouduns Armen. Auch der Schmerz nicht mehr zu spüren. Abodun sprang in die Höhe, wirbelte ihn herum und warf ihn quer durch den Raum an die gegenüberliegende Wand. Andrei fiel hilflos zu Boden, schlug mit dem Kopf gegen die eisenbeschlagene Kante einer großen Holzkiste und verlor für einen Augenblick das Bewusstsein. Er kam zu sich, als sich Aboduns riesige Hand in sein Haar grub und seinen Kopf mit einem brutalen Ruck herumriss. Die andere Hand des Piraten war zur Faust geballt und zum Schlag erhoben. »Oh nein«, sagte Abudun, »so leicht mache ich es dir nicht.« Er ließ Andres Haar los, richtete sich auf und versetzte ihm einen Tritt, der Andre weitere Rippen gebrochen hätte, hätte Abudun Stiefel oder nur Schuhe getragen. So jagte nur ein dumpfer Schmerz durch Andres Körper, der ihn gequält aufstöhnen ließ. Abudun lachte. <lacht> »Tut das weh?« »Nein, es tut nicht weh. Es ist nichts gegen das, was dich noch erwartet.« die Tür wurde aufgerissen und zwei mit Schwertern bewaffnete Männer stürmten, vermutlich angelockt vom Lärm des Kampfes, herein. Abodun fuhr mit einer schlangengleichen Bewegung herum, funkelte sie an und sagte einige wenige Worte in seiner Muttersprache. André verstand nicht, was er sagte, aber der Ausdruck auf den Gesichtern der beiden Männer war nicht schwer zu deuten. Abodun war nicht begeistert, dass es einem bewaffneten Attentäter gelungen war, bis in sein Schlafgemach vorzudringen. Er würde die beiden Männer bestrafen. Und Andrej war ziemlich sicher, dass er es nicht bei ein paar Peitschenhieben belassen würde. Abodun verwies die beiden Männer mit einer zornigen Handbewegung des Raumes, warf Andrej noch einen verächtlichen Blick zu und verschwand dann aus seinem Gesichtsfeld. Andrej versuchte sich zu bewegen, aber es ging nicht. Von seinem Rücken ging ein stechender Schmerz aus. Er konnte Arme und Hände bewegen, aber es kostete ihn unendliche Mühe und es war mehr ein Zittern als eine wirkliche Bewegung. Der Pirat hantierte irgendwo außerhalb seines Blickfeldes. André hörte ein Klappern, dann das Rascheln von grobem Stoff. Erneut versuchte er sich zu bewegen, und diesmal gelang es ihm wenigstens, den rechten Arm ein kleines Stück auszustrecken, wenn auch nicht besonders weit und in keine Richtung, die ihm einen Vorteil eingebracht hätte. Abodun musste die Bewegung wohl gehört haben, denn er lachte roh und sagte, Gib dir keine Mühe, Hexenmeister. Ich hab dir das Kreuz gebrochen. Deine Zaubertricks nutzen dir nichts mehr. Immerhin schloss André aus diesen Worten eines, dass es nicht das erste Mal war, dass Abudun einen Gegner auf diese Weise ausgeschaltet hatte. Wie er selbst vertraute der Pirat weniger auf seine Waffen als auf seine körperlichen Fähigkeiten. Der Kerl war so stark wie ein Bär. Andre biss die Zähne zusammen, als ein neuerlicher Schmerz durch seinen Rücken schoss. Seine Beine begannen zu kribbeln. Abudun kam auf ihn zu, er trug jetzt einen grauen Kaftan und darüber einen blütenweißen weiten Mantel, aber noch keinen Turban. Ich bin noch nicht sicher, sagte er nachdenklich, ob ich meine Männer bestrafen oder dir Respekt zollen soll, dass es dir gelungen ist, so weit zu kommen. Das ist vor dir noch keinem geglückt. Allah hat sie entweder mit Blindheit geschlagen oder du bist gefährlich wie eine Schlange. Seine Augen wurden schmal. Der Inquisitor. »Hat mich vor dir gewarnt. Er hat gesagt, du wärst mit dem Teufel im Bunde.« »Ich gestehe, dass ich ihm nicht geglaubt habe. Sie reden einen solchen Unsinn, diese selbsternannten heiligen Männer. Aber in diesem Fall hat er wohl die Wahrheit gesagt.« Er hob seufzend die Schultern. »Ich werde meine Männer wohl nicht bestrafen. Oder ich werde sie auspeitschen und dich dann ihrem Zorn überlassen. Na, was meinst du?« André antwortete nicht sondern biss stattdessen die Zähne so fest aufeinander, dass sie knirschten. Dun mochte das für einen Ausdruck von Qual halten, und damit hatte er recht. Andres Rücken fühlte sich an, als würde er ganz langsam in Stücke gerissen, obwohl das genaue Gegenteil der Fall war. Das Leben kehrte in seine Beine und seinen Leib zurück, aber es war ein qualvoller, unendlich schmerzhafter Prozess. Der Pirat beugte sich vor und schnüffelte. »Du stinkst, Gior«, benutzte er das arabische Wort für »Ungläubiger«. Andre antwortete nicht darauf. Es gelang ihm jetzt kaum noch, einen Schrei zu unterdrücken, und er musste all seine Willenskraft aufbieten, um die Beine stillzuhalten. Die Regeneration war fast abgeschlossen. Wenn Abu jetzt begriff, dass er nicht so hilflos war, wie es den Anschein hatte, dann war es um ihn geschehen. Bist du allein gekommen oder hat Battori dir eine Abteilung seiner Spielzeugsoldaten mitgegeben? Fragte Abudun, beantwortete seine eigene Frage aber gleich selbst, indem er den Kopf schüttelte und fortfuhr. Nein, hättest du Hilfe, wärst du das Risiko nicht eingegangen, dich hier einzuschleichen. Aber was ist mit dem Jungen? Ist dieser, dieser Teufelsbinger auch bei dir? Man hat mir gesagt, er wäre tot, aber dasselbe habe ich auch über dich gehört. Ich denke, er ist auch irgendwo in der Nähe. Es ist wohl besser wenn ich ein paar dieser unfähigen Narren ans Ufer schicke, um nach ihm zu suchen. Diesmal hatte André sich nicht mehr gut genug unter Kontrolle, um Abudun nicht sehen zu lassen, wie nahe er der Wahrheit gekommen war. Frederik war tatsächlich am Ufer zurückgeblieben und wartete auf ihn. Natürlich würde der Junge sehen, dass nicht er es war, der zurückkam, sondern Abuduns Männer, aber das beruhigte André nicht. Frederik war ein Kind, das dazu neigte, schreckliche Risiken einzugehen, wie es Kindern nun mal eigen ist. Und er vertraute viel zu sehr auf seine vermeintliche Unverwundbarkeit. Aber Dun lachte. Ha, dann wirst du deinen jungen Freund ja bald wiedersehen, sagte er. Ihr werdet zusammen sterben. Er wandte sich um. Und lauf nicht weg, sagte er höhnisch, während er hinausging. Nachdem ihn der Pirat allein gelassen hatte, gestattete sich Andrei einen tiefen, lang andauernden Schmerzenslaut und ließ den Kopf zurücksinken. Seine Beine zuckten unkontrolliert, das Leben kehrte mit Feuer und Gewalt in seine Glieder zurück. Er war schon oft verwundet worden, aber selten so schwer. Indem er sich zu entspannen versuchte und jeden Gedanken abschaltete, konnte er die Heilung beschleunigen. Auf diese Weise gab er seinem Körper Gelegenheit, seine ganze Energie auf das Regenerieren zerrissener Muskeln und zerbrochener Knochen zu richten. Aber dieser Vorgang brauchte Zeit. Wie lange würde Abudun brauchen, um seinen Männern Anweisung zu geben und zurückzukommen? Sicher nicht mehr als wenige Minuten, aber diese Zeit musste reichen. Sie reichte. Andrej versank in eine Art Trance, in der er zuerst jeden bewussten Gedanken, dann sein Zeitgefühl und schließlich sogar den Schmerz abschaltete. Sein Körper erholte sich in dieser Zeit, schöpfte Energie aus geheimnisvollen Quellen, deren Natur selbst Andrei nicht klar war, und kehrte in seinen unversehrten Zustand zurück. Als er Abuduns Schritte draußen auf dem Gang hörte, öffnete er die Augen und lauschte noch einmal konzentriert in sich hinein. Er war bereit. Seine Verletzungen waren verheilt, aber er war noch sehr schwach. Die Heilung hatte ungewöhnlich viel Kraft gekostet. Er war auf keinen Fall in der Lage, einen zweiten Kampf mit Abudun durchzustehen. Der Pirat kam herein. Zu Andres Erleichterung allein, warf die Tür hinter sich zu und lachte böse, als er sah, dass Andrej die Hand in Richtung des Schwertes ausgestreckt hatte, ohne es zu erreichen. Ha, also eines muss man dir lassen, Hexemeister, sagte er. Du bist zäh. Du gibst nicht auf, wie. Dann kam er auf eine leichtsinnige Idee. Er zog einen Krummsäbel unter dem Kaftan hervor und schob mit ihm das Sarazen-Schwert in Andres Richtung. Du willst kämpfen, Giao, höhnte er. Tu es, nimm dein Schwert und wehr dich. Andreas Hand schloss sich um den Griff der vertrauten Waffe, des einzigen wertvollen Besitzes, den ihm sein Stiefvater Mikael Nadasti hinterlassen hatte. Abudun lachte noch immer, und Andrej trat ihm mit solcher Wucht vor den Knöchel, dass er haltlos zur Seite kippte und auf einen Tisch fiel, der unter seinem Aufprall in Stücke brach. Noch bevor er sich von seiner Überraschung erholen konnte, war Andrej auf den Füßen und über ihm. Sein Schwert machte eine blitzartige Bewegung und fügte Abudun eine tiefe Schnittwunde auf dem Handrücken zu. Der Kummsäbel des Piraten polterte zu Boden und Andrejs Sarazenschwert bewegte sich ohne innezuhalten weiter und ritzte seine Kehle. Zu leicht, um ihn zu töten, aber doch so tief, dass sich eine dünne, rasch mit Rot füllende Linie auf seinem Hals abzeichnete. Abodun keuchte und erstarrte. Du hättest besser auf Vater Dominikus gehört, Abodun«, sagte Andrej kalt. Manchmal reden die heiligen Männer nämlich nicht nur Unsinn, weißt du? Abodun starrte ihn aus hervorquellenden Augen an. Er begann am ganzen Leib zu zittern. Aber, aber wie kann das sein? Stammelte er. Das, das ist unmöglich. Ich habe dir das Kreuz gebrochen. Andrei bewegte das Schwert, so dass abudun gezwungen war, den Kopf immer weiter in den Nacken zu legen und sich schließlich rücklings und in einer fast unmöglichen Haltung in die Höhe zu stemmen. Teufel! Presste er hervor. Du, du bist der Teufel oder mit ihm im Bunde. Nicht ganz, sagte Andrei. »Aber du kommst der Wahrheit schon ziemlich nahe.« Er sah den neuerlichen Schrecken auf Abuduns Gesicht und bedauerte seine Worte fast. Ihm war nicht wohl dabei, dass er Abudun nun töten musste. Jedoch, das Geheimnis seiner Unverwundbarkeit musste gewahrt bleiben, um jeden Preis. Trotzdem fuhr er fort. »Vielleicht solltest du dir genau überlegen, was du jetzt sagst. Du solltest dir möglicherweise mehr Gedanken um deine Seele als um deinen Hals machen, Pirat.« Töte mich, sagte Abudun trotzig. Mach mit mir, was du willst, aber ich werde nicht vor dir kriechen. Du bist ein tapferer Mann, Abudun, sagte Andrei. Er dirigierte den Piraten mit dem Schwert weiter zurück, bis er rücklings auf die Liege fiel. Aber ich hatte nicht vor, dich zu töten. Deshalb bin ich nicht gekommen. Abudun schwieg. In seinen Augen war eine so grenzenlose Angst, wie Andrei sie noch nie zuvor im Blick eines Menschen gesehen hatte. Aber gerade das machte ihn nur um so vorsichtiger. Angst konnte aus tapferen Männern wimmernde Feiglinge machen, aber manchmal machte sie auch aus Feiglingen Helden. »Du weißt, weshalb ich hier bin«, sagte er. Dun schwieg weiter, doch André sah, wie sich sein Körper unter den Kleidern ganz leicht anspannte. Er bewegte das Schwert und an Abuduns Hals erschien eine zweite rote Linie. »Du wirst die Gefangenen freilassen«, sagte er. Du wirst deinen Männern befehlen, den Anker zu lichten und ans Ufer zu fahren. Sobald die Gefangenen an Land und in sicherer Entfernung sind, lasse ich dich laufen. Das ist unmöglich, sagte Abudun gepresst. Es ist viel zu gefährlich, bei Dunkelheit das Ufer dieses unberechenbaren Donauarms anzulaufen. Was glaubst du, warum wir in der Flussmitte vor Anker gegangen sind? Dann wollen wir hoffen, dass deine Männer so gute Seeleute sind, wie man es von türkischen Piraten allgemein behauptet, sagte Andrei. Er wußte, daß Abudun recht hatte. Es gab Untiefen, Sandbänke und sogar Felsen in Ufernähe. Aber bis Sonnenaufgang würde noch viel Zeit vergehen. So lange konnte er nicht warten. Sie werden nicht auf mich hören, sagte Abudun. Die Gefangenen, sie erwarten eine hohe Belohnung, wenn wir sie abliefern. Abliefern? André wurde hellhörig. Wo? An wen? Abudun presste die Lippen aufeinander. Augenscheinlich hatte er schon mehr gesagt, als er vorgehabt hatte. »An wen?«, fragte André noch einmal, diesmal lauter. Er musste sich beherrschen, um seiner Frage nicht mit dem Schwert mehr Nachdruck zu verleihen. Zunächst verspürte er größeres Verlangen als diesem ungeheuern Menschengestalt, die Kehle durchzuschneiden. Und er würde es tun, aber nicht jetzt. Und er würde ihn nicht quälen. Dun schürzte trotzig die Lippen. »Töte mich, Hexenmeister«, sagte er, »von mir erfährst du nichts.« André tötete ihn nicht. Aber er machte eine blitzschnelle Bewegung mit dem Schwert und schlug Abodun die flache Seite der Klinge vor die Schläfe. Der Pirat verdrehte die Augen, seufzte leise und verlor auf der Stelle das Bewusstsein. Er würde nicht lange ohnmächtig bleiben. Rasch durchsuchte André das Zimmer, bis er zwei passende Stricke gefunden hatte. Mit einem davon band er Aboduns Fußgelenke so aneinander, dass der Pirat zwar gehen, aber nur unbeholfene kleine Schritte machen konnte. Dann wälzte er den schweren Mann mit einiger Mühe herum, band seine nach oben gebogenen Handgelenke aneinander und schlang das Ende des Stricks um seinen Hals. Wenn Abudun auch nur versuchen sollte, sich zu befreien, würde er sich unweigerlich selbst erwürgen. Kein Akt unnötiger Grausamkeit, sondern eine Vorsichtsmaßnahme, die ihm bei einem Mann wie Abudun angebracht zu sein schien. Der Pirat kam wieder zu sich, kaum dass André seine Aufgabe beendet hatte. Prompt versuchte Abudun sich loszureißen und schnürte sich dabei den Atem ab. Andrej sah ihm einige Augenblicke lang stirnrunzelnd zu, dann sagte er ruhig: Lass es, es sei denn du willst mir die Mühe abnehmen, dir die Kehle durchzuschneiden. Abudun funkelte ihn an. Die Furcht in seinen Augen war einer mindestens ebenso großen Wut gewichen. Er bäumte sich auf, schnürte sich abermals die Luft ab und Andrej trat zufrieden zwei Schritte zurück, legte das Schwert aus der Hand, und schlüpfte aus dem besudelten Gewand. Die Sachen, die er darunter trug, waren noch immer feucht und hatten einen Teil des üblen Geruchs angenommen. In einem Punkt hatte Abudun recht gehabt. Er stank. Er steckte das Schwert ein, zog stattdessen einen rasiermesserscharfen zweiseitig geschliffenen Dolch aus dem Gürtel und machte eine auffordernde Geste. Lass uns nach oben gehen, sagte er. Ich bin neugierig darauf, wie viel deinen Leuten dein Leben wert ist. Abudun schürzte verächtlich die Lippen, stand aber dann gehorsam auf. Jedenfalls versuchte er es. Anscheinend hatte er noch gar nicht bemerkt, dass auch seine Füße gefesselt waren, denn er fiel mit einem überraschenden Laut auf die Knie und wäre um ein Haar ganz nach vorne gestürzt. Als er versuchte, sein Gleichgewicht zurückzuerlangen, schnürte sich der Strick erneut enger um seinen Hals. Er hustete qualvoll. André wartete, bis er sich wieder beruhigt und umständlich in die Höhe gearbeitet hatte, dann öffnete er vorsichtig die Tür. Trat einen Schritt zur Seite und machte eine wedelnde Bewegung mit dem Dolch. Warum sollte ich tun, was du von mir verlangst? fragte Abudun trotzig. Du tötest mich doch sowieso. Möglicherweise, antwortete André kalt. Die Frage ist nur, ob ich auch deine Seele fresse. Abudun lachte. Aber es klang unecht und in seinen Augen loderte die Furcht höher. Er widersprach nicht mehr, sondern senkte den Kopf, um durch die niedrige Tür zu treten. André folgte ihm, wobei er die Spitze des Dolches zwischen seine Schulterblätter drückte. Du solltest dafür sorgen, dass deine Männer nicht zu so sehr erschrecken, wenn sie uns sehen, sagte André. Der Gang, in den sie traten, war leer, aber durch die offenstehende Luke am oberen Ende der Treppe drangen aufgeregte Stimmen. Die gesamte Besatzung des Sklavenseglers war nun wach und auf den Beinen. Es war ein irrsinniges Risiko, jetzt dort hinaufzugehen, aber er hatte keine Wahl abudun arbeitete sich mit ungeschickten kleinen schritten zum anfang der treppe vor blieb stehen und rief einige worte in seiner muttersprache von oben antwortete eine stimme dann erschien ein schatten in dem grauen rechteck und ein überraschter laut erscholl der schatten verschwand und für einen kurzen moment brach oben auf dem deck tumultlos dann rief abudun wieder etwas in seiner muttersprache und nach einigen augenblicken erschien die gestalt erneut in der öffnung sie werden dich in stücke schneiden nah sagte Abudun. Auf mich werden Sie keine Rücksicht nehmen. Dann tragen wir beide dasselbe Risiko, nicht wahr? fragte André. Los! Er verlieh sein Wort mit dem Dolchnachdruck und Abudun begann umständlich und schräg gegen die Wand gelehnt, die Treppe hinaufzusteigen. Die Fußwesseln waren etwas zu kurz, so dass er kaum in der Lage war, die Stufen zu bewältigen. Oben fiel er auf die Knie. Einer seiner Männer wollte ihm zu Hilfe eilen, aber Andrei fuchtelte erneut mit dem Dolch herum und Abudun scheuchte ihn mit einem gebellten Befehl zurück. Als sie auf das Deck hinaustraten, begann Andrais Herz schneller zu schlagen. Aber keiner von Abuduns Männern machte Anstalten, seinem Anführer zu Hilfe zu kommen. »Jetzt gib dem Befehl, den Anker zu lichten und das Ufer anzulaufen«, sagte Andrei. Abudun sagte tatsächlich etwas in seiner Muttersprache, aber keiner seiner Männer reagierte. Die Piraten umringten sie. Die meisten hatten ihre Waffen gezogen. Ich habe es dir gesagt, sagte Abudun. Sie werden nicht gehorchen. Andres Gedanken rasten. Es gab nicht viel, was er tun konnte. Wenn er Abudun tötete, würden sich die Piraten auf ihn stürzen und ihn in Stücke reißen. Er hob das Messer höher und setzte die Spitze seitlich auf Abuduns Hals. Ob sie gehorchen, wenn ich dir die erste Sure des Korans in die Wange schnitze? fragte er. Der Pirat sagte nichts, aber Andre konnte seine Furcht beinahe riechen. Er berührte mit der Klinge Abuduns Wange und fügte ihm einen winzigen Schnitt zu, den der Pirat kaum spüren konnte, der aber sichtbar blutete. Ein erschrockenes Murren ging durch die Reihen der Piraten, und Abudun sagte Es ist gut, sie werden gehorchen. Er wiederholte seine Aufforderung lauter und in herrischem Ton. Auch jetzt erfolgte nicht sofort eine Reaktion, aber der Pirat wurde lauter und schrie nun, und endlich senkten einige seiner Männer ihre Waffen und setzten sich in Bewegung. Andrej atmete auf. Er hatte noch nicht gewonnen, aber er hatte die erste und wichtigste Hürde genommen. Abuduns Macht über seine Männer schien doch nicht so begrenzt zu sein, wie er behauptet hatte. Bete zu deinem Gott, dass keiner deiner Männer etwas Unbedachtes tut, sagte Andrej. Vielleicht bleibst du dann ja doch am Leben. Sein Zorn auf Abudun war kein bisschen kleiner geworden, aber er würde die Welt nicht besser machen, wenn er ihn tötete. Er war kein Richter, und was Abodun anschließend über den Mann erzählte, dessen Verletzungen auf geheimnisvolle Art in Augenblicken heilten, und der so gut wie unsterblich war, konnte ihm gleich sein. Die Welt war voller Geschichten von Zauberern, Dämonen und Hexenmeistern, die im Grunde niemand glaubte. Welche Rolle spielte es schon, ob es eine mehr gab oder nicht? Wenn Abodun ihm die Möglichkeit dazu gab, würde er ihn am Leben lassen. Andrei sah sich unauffällig um. Die meisten Piraten standen immer noch mit den Waffen in den Händen da und starrten ihn finster an, aber einige waren auch davongeeilt und mit irgendetwas beschäftigt, das er nicht zu erkennen vermochte. Es war nicht das erste Mal, dass Andrej sich an Bord eines Schiffes befand, aber er war kein Seefahrer und es war einfach zu dunkel, um Einzelheiten zu erkennen. Er konnte nur hoffen, dass die Männer taten, was Abudun ihnen aufgetragen hatte und nicht irgendeine Teufelei vorbereiteten. Rückwärtsgehend und Abudun wie einen lebenden Schutzschild vor sich haltend, bewegte er sich bis zur Reling und lehnte sich leicht dagegen. So konnte sich wenigstens niemand von hinten anschleichen. Sein Blick richtete sich aufmerksam in die Runde. Das Deck ächzte leise und er glaubte ein Zittern zu spüren, das vorher noch nicht da gewesen war. Er vermutete, dass einer der Männer dabei war, den Anker einzuholen. Zwei weitere waren bereits in die Takelage hinaufgeklettert. Andre versuchte zum Ufer zu sehen konnte es aber nicht erkennen, nicht einmal als dunkle Linie. Die Wolkendecke vor dem Himmel hatte sich mittlerweile vollkommen geschlossen. Selbst der Fluss war nur noch eine endlose schwarze Fläche, auf der sich nicht der geringste Lichtschimmer zeigte. Es war dunkel, wie in der Hölle, und sehr kalt. Als hätte er seine Gedanken gelesen, sagte Abudun, »Wohin willst du gehen, sollte es dir tatsächlich gelingen, uns zu entkommen?« »Ich wüsste nicht, was sich das anginge,« knurrte Andrei. »Nichts,« antwortete Abudun. Es ist nur so, dass ich mich frage, was du mit hundert befreiten Gefangenen anfangen willst, die dem Tod näher sind als dem Leben. Du willst sie nach Hause bringen? Er lachte. Ihr würdet Wochen brauchen, wenn nicht Monate. Keiner von ihnen hat die Kraft, das durchzustehen. Und selbst wenn es ist Krieg, hast du das vergessen? Was geht mich euer Krieg an? fragte Andre. Er wusste, dass es ein Fehler war, überhaupt zu antworten. Aber Dun wollte ihn ein Gespräch verwickeln, Womöglich ablenken, damit seine Leute eine Gelegenheit fanden, ihn zu befreien. Bis hinauf zu den Karpaten befindet sich das Land in der Hand Sultan Seliks«, antwortete Abu Doun. Und was seine Truppen nicht besetzt halten, das verwüsten die versprengten Haufen der Walachen, Kumanen und Ungarn, die sich untereinander nicht weniger erbittert bekriegen als die großen osmanischen und christlichen Heere. <laughs> du glaubst tatsächlich, du könntest eine Karawane halbtoter Männer, Frauen und Kinder durch dieses Gebiet nach Hause bringen? Er schüttelte den Kopf. Nein, so dumm bist du nicht, Hexenmeister. Und was willst du damit sagen? fragte Andre. Ihr braucht ein Schiff, antwortete Abudun. Und ich habe eines. Das ist gar keine schlechte Idee, sagte Andre. Wir könnten dich und deine Männer über Bord werfen und mit dem Schiff weiterfahren. Abudun lachte. Sei kein Narr. Selbst wenn Ihr es könntet, wie weit würdet Ihr kommen, bis Ihr auf die ersten Truppen des Sultans trefft oder auf die Ungarn, was im Zweifelsfall keinen Unterschied für Euch macht. Er bewegte sich leicht, erstarrte aber sofort wieder, als Andrei den Druck auf die Messerklinge verstärkte. Sei kein Dummkopf, Hexenmeister, fuhr er fort. Ich schlage dir ein Geschäft vor. Du zahlst mir das, was ich für die Sklaven bekommen hätte, und ich bringe dich und deine Leute sicher nach Hause, oder zumindest so nah heran, wie es mir möglich ist.« Beinahe hätte André gelacht. »Wie kommst du auf die Idee, dass ich dir traue?« »Weil du ein kluger Mann bist,« antwortete Abudun in einem Ton, der überzeugender klang, als es André lieb war. »Ich mache Geschäfte. Mir ist es gleich, wofür ich mein Gold bekomme. Und hundert Passagiere sind angenehmer zu transportieren als hundert Sklaven, die man bewachen muss. Außerdem...« fügte er mit einem Grinsen hinzu, hast du im Moment eindeutig die besseren Argumente. Obwohl er es nicht wollte, übten Aboduns Worte eine gewisse Anziehungskraft auf Andrej aus. Die Frage, wie er die gut hundert zu Tode erschöpften Gefangenen eigentlich nach Hause bringen sollte, hatte ihn in den letzten Tagen beschäftigt wie keine andere, aber eine wirkliche Antwort hatte er noch nicht gefunden. Natürlich war es grotesk, auch nur mit dem Gedanken zu spielen, dass er dem Piraten trauen konnte. Trotzdem fragte er, und Vater Domenikus? Er wird nicht erfreut sein, wenn er hört, dass du ihn verraten hast. Abodun machte ein abfälliges Geräusch. Was geht mich dieser lügnerische Pfaffe an? Er hat mir eine Ladung Sklaven zum Kauf angeboten. Er hat mir nicht gesagt, dass sie unter dem Schutz eines leibhaftigen Dämons stehen. Ist es eine Lüge, einen Lügner zu belügen? Ist es klug, einem Verräter zu trauen? gab André zurück. Ich bin kein Verräter antwortete Abudun. Ich mache Geschäfte. Aber ich verstehe, dass du mir misstraust, ich an deiner Stelle täte es wohl auch. Na gut, dann werde ich dir den Beweis meiner Ehrlichkeit liefern. Sieh zum Bug. Andrei gehorchte, und sein Herz machte einen erschrockenen Satz in seiner Brust. Vor der kurzen Rammspitze des Schiffes waren zwei von Abuduns Kriegern aufgetaucht, die eine dritte, wesentlich kleinere Gestalt zwischen sich hielten. Es war Frederik. Großer Gott, murmelte er. »Der wird dir jetzt wohl auch nicht mehr helfen«, sagte Abudun ruhig. »Spielst du Schach, Hexenmeister?« André antwortete nicht, sondern starrte Frederik aus ungläubig aufgerissenen Augen an. Der Junge hing schlaff in den Armen eines der Piraten, er schien bewusstlos zu sein. Der zweite Pirat hatte seinen Krummsäbel mit beiden Händen ergriffen und suchte mit gespreizten Beinen nach festem Stand, wohl um Frederik mit einem einzigen Hieb zu enthaupten, was selbst für einen Delani den sicheren Tod bedeuten würde. Andrei fragte sich, ob es Zufall war oder Abudun ihm die ganze Zeit etwas vorgemacht hatte und er sehr viel mehr über sie wusste, als er zugab. Tätest du es, fuhr Abudun fort, wüsstest du, dass man eine solche Situation ein Patt nennt. Unangenehm, nicht? Wenn du mich tötest, töten sie ihn und wenn sie ihn töten, tötest du mich. Jetzt ist die Frage nur, Wessen Leben mehr wert ist, das des Jungen oder meines? Andrejs Gedanken überschlugen sich. Er kannte die Antwort auf Abuduns Frage. Im Zweifelsfall würden seine Männer vermutlich wenig Rücksicht auf sein Leben nehmen. So etwas wie Piratenehre gab es nur in Legenden. Aber wenn er nachgab, bedeutete das ihrer beider sicheren Tod. Er wusste nicht, was er tun sollte. Ich will es dir leicht machen, sagte Abudun. Lass den Jungen los! den letzten satz hatte er laut gerufen und er bediente sich wohl absichtlich Andreas sprache damit er ihn verstand die beiden männer die frederik gepackt hatten reagierten nicht sofort auf ihren gesichtern erschien ein unwilliger ausdruck ihr sollt ihn loslassen oder ich lasse euch bei lebendigem leib die haut abziehen brüllte abudun die beiden piraten zögerten noch einmal einen moment aber dann ließ der eine sein schwert sinken und der andere trat einen halben schritt zurück und ließ frederik los der Junge fiel auf die Knie, kippte auf die Seite und stemmte sich benommen auf Händen und Knien hoch, aber nur, um gleich wieder zu fallen. Er war mehr bewusstlos als wach. Erst beim dritten Versuch kam er in die Höhe, sah sich aus glanzlosen Augen um und torkelte auf Andrei und den Piraten zu. »Jetzt bist du an der Reihe, Hexenmeister«, sagte Abudun. »Du musst dich entscheiden, ob du mir traust oder nicht.« Selbstverständlich vertraute Andrei dem Piraten nicht. Ebenso gut konnte er einem Krokodil die Hand ins Maul legen und darauf hoffen, dass es satt war. Das Schlimme war nur, Abudun hatte Recht. Die Gefangenen an Land zu bringen bedeutete nicht das Ende, sondern erst den Anfang ihrer Probleme. So unglaublich es ihm auch selbst erschien, er hatte die Augen vor diesem Problem bisher einfach verschlossen. Ich kann dir nicht trauen, sagte er. Seine Stimme verriet mehr von seinem Zweifel als er wollte. Dann wirst du mich wohl töten müssen, sagte Abudun. Entscheide dich, jetzt! Ich bin es müde, darauf zu warten, dass du mir die Kehle durchschneidest. André wusste nicht, was er tun sollte. Verrate mir noch eins, sagte er. Wohin wolltet ihr die Gefangenen bringen? Was hat dir Vater Dominikus gesagt? Nichts, antwortete Abudun unwillig. Ich hatte vor, die Donau hinaufzufahren und sie an einen anderen Händler zu verkaufen. Es ist Krieg. Jeder braucht Sklaven. Sie bringen einen guten Preis. André spürte, dass das nicht die Wahrheit war. Du weißt, was dir passiert, wenn du mich hintergehst sagte er. »Du kannst mich töten, aber ich werde wiederkommen und dann werde ich dich und alle deine Männer töten und eure Seelen in die Hölle schicken.« »Da kommen sie sowieso hin, fürchte ich,« seufzte Abodun. »Aber ich bin nicht besonders versessen darauf, dass es schon heute geschieht. Haben wir eine Abmachung?« Andrei zögerte eine unendlich lange, quälende Weile. Dann trat er zurück, durchtrennte mit einem schnellen Schnitt Aboduns Fesseln und ließ den Dolch sinken. Nun, fragte Andrej, haben wir eine Abmachung? Dun betrachtete seine Fingerspitzen, dann sah er auf, runzelte die Stirn noch tiefer und nickte schließlich. Ja, sagte er, das haben wir. Und damit schlug er Andrej die Faust mit solcher Wucht ins Gesicht, dass dieser auf der Stelle das Bewusstsein verlor. Als er erwachte, lag er auf einer weichen, angenehm warmen Unterlage und schon beim ersten Räkeln wurde ihm bewusst, dass seine Arme und Beine ungefesselt waren. Andrej öffnete die Augen, blinzelte verständnislos und benötigte einen kurzen Moment, um zu begreifen, dass er sich in Duns Kabine befand. Er lag auf der gleichen seidenbezogenen Liege, auf der er den Piraten vorhin aufgespürt hatte. Außerdem war er nicht allein. Frederik saß auf dem Schemel neben dem Bett, wach und unversehrt. Wie, begann André und wurde sofort von Frederik unterbrochen. Der Pirat hat dich hergebracht, sagte Frederik. Du warst nur einen kurzen Moment besinnungslos. Draußen vor der Tür steht eine Wache. Das hatte André gar nicht fragen wollen. Er setzte sich auf, stützte die Unterarme auf die Knie und ließ die Schulter nach vorne sinken. Seine Lippe blutete. Er hob die Hand und wischte das Blut weg. Ehe er den Kopf wieder hob und Frederik mit einem zweiten, sehr viel längeren Blick maß. Der Junge erwiderte ihn mit einer Mischung aus Trotz und Schuldbewusstsein. Er war vollkommen durchnässt und seine Kleider hingen in Fetzen an ihm herab. Was ist passiert? fragte Andrej ruhig. Ich wollte dir helfen, antwortete Frederik. Er sprach schnell, laut und in aggressivem Ton. Andrej verstand nicht genau, was Frederik überhaupt meinte. Helfen? Es hätte auch geklappt, wenn du nicht dafür gesorgt hättest, dass die Piraten alle wach und an Deck waren, sagte Frederik. Niemand hätte mich bemerkt. Andrei riss die Augen auf. Du bist dir nachgeschwommen, fiel ihm Frederik ins Wort. Und niemand hätte mich bemerkt. Und was hattest du vor? wollte Andrei wissen. Warum hast du dem Piraten nicht einfach die Kehle durchgeschnitten? fragte Frederik. Seine Augen blitzten. Wir hätten sie alle töten können. Sie haben geschlafen. Und jetzt erzähl mir nicht, dass du nicht in der Lage gewesen wärst, die Wache an Deck zu überwältigen. Ich weiß, wie schnell du bist. André blickte den Jungen betroffen an. Du sprichst von zwanzig Männern, Frederik, sagte er. Zwanzig Piraten, erwiderte Frederik gereizt. Hast du Skrupel? Auf diesem Schiff sind hundert von unseren Leuten. Ist ihr Leben vielleicht weniger wert? Ich glaube nicht, dass Abu Probleme hätte, sie zu töten. Und genau das ist der Unterschied zwischen ihm und uns sagte André leise. Er war nicht zornig, sondern nur betroffen. Er hatte Frederik eingeschärft, an Land zurückzubleiben und sich nicht von der Stelle zu rühren, ganz egal was geschah. Aber er war nicht einmal besonders überrascht, dass Frederik nicht gehorcht hatte. Er war ein Kind und er hatte in bester Absicht gehandelt. Er hatte ihm helfen wollen und sie beide damit zum Tode verurteilt. Es tut mir leid, sagte Frederik niedergeschlagen. Ich wollte dir nur helfen. Schon gut, sagte André. Es hätte sowieso nicht geklappt. Die Tür ging auf und Abudun kam herein. André spannte sich instinktiv, ließ sich aber fast in der gleichen Bewegung wieder zurücksinken. Selbst wenn er Abudun überwältigen würde, was hätte er gewonnen? Der Pirat schloss die Tür hinter sich, lehnte sich dagegen und verschränkte die Arme vor der Brust. Einige Augenblicke lang sah er André nur an. Dann fragte er. Was macht dein Gesicht, Hexenmeister? Tut es weh? André bekam er zur antwort mein name ist andrei delany und die antwort auf deine frage ist nein sklavenhändler abudun lachte schade sagte er obwohl ich es mir eigentlich hätte denken können aber diesen schlag war ich dir einfach schuldig er hob die hand und berührte mit den fingerspitzen die beiden dünn verschorften linien an seinem hals dann lachte er griff unter den mantel und zog andrei's schwert hervor immer noch leise lachend hielt er ihm die klinge mit dem griff voran hin André starrte verständnislos auf das schlanke Sarazenenschwert. "Nimm es", sagte Abudun. "Es gehört dir." Zögernd griff André nach der kostbaren Waffe, immer noch sicher, dass Abudun sich nur einen grausamen Scherz mit ihm erlaubte, aber der Pirat ließ das Schwert los und sah schweigend zu, wie André es einen Moment in der Hand drehte und dann in den Gürtel schob. "Du, du gibst mir meine Waffe zurück?", fragte er ungläubig. "Wir haben eine Abmachung, oder?" gab Abudun zurück. Nun, da wir Partner sind, geziemt es sich nicht, dass du waffenlos vor mir stehst. Er lachte leise. Du hast gedacht, ich verrate dich. Ja, gab Andrei ehrlich zu. Genau das solltest du, erwiderte Abudun grinsend. Nach dem, was du mir angetan hast, tut dir ein kleiner Schrecken ganz gut, meine ich. Aber ich stehe zu meinem Wort. Vor allem, wenn es dir einen hübschen Profit einbringt, vermutete Frederik. Abudun würdigte ihn keines Blickes. Womit wir beim Thema wären, sagte er, unsere Vereinbarung. Bevor ich meinen Leuten Anweisung gebe, die Gefangenen loszuketten, würde mich eines interessieren, Delani. Wie gedenkst du für ihre Überfahrt zu bezahlen? Du hast jedenfalls kein Geld bei dir. Davon konnte ich mich überzeugen. Wir haben genug Geld in unserem Dorf, sagte Frederik. Ihr werdet großzügig entlohnt. Frederik, sei bitte still, sagte Andrei. Ihr Dorf war arm, wie die meisten Dörfer und Städte in diesen Kriegszeiten. Das wenige von Wert, was sie besessen hatten, hatten Vater Domenikus Männer geplündert und mitgenommen. Andrej war ziemlich sicher, dass Abudun das wusste. Wir besitzen nichts, weder meine Leute noch ich. Es ist gut, dass du nicht versucht hast, mich zu belügen, sagte Abudun. Du hast also kein Geld, aber du bietest mir trotzdem einen Handel an. Äh, genau genommen hast du ihn mir angeboten, antwortete Andrej. Ich nehme an, du hast vergessen, dass ich dein Leben in die Waagschale geworfen habe. So viel ist das nicht wert, sagte Abudun. Dann machte er eine Kopfbewegung zur Tür. Geh nach hinten zu deinen Leuten, Junge. Einige von ihnen sind krank. Vielleicht kannst du ihnen helfen. Kranke Sklaven will niemand haben. Sie sind nur Ballast, den wir über Bord werfen. Frederik funkelte ihn an. Ich denke nicht daran. Geh, sagte Andrei leise. Fredericks Zorn drohte sich nun auf ihn zu konzentrieren, aber dann stand er doch auf und stürmte aus der Kabine. Abudun wartete. Bis er die Tür hinter sich zugeworfen hatte, dann wandte er sich mit einem fragenden Blick an Andrei. Du falschst mit mir und hast nichts zu bieten, Delani. Er schüttelte den Kopf. Du enttäuscht mich. Das hast du gewusst, als du mir diesen Vorschlag gemacht hast, sagte Andrei. Vielleicht, sagte Dun. Seine Augen wurden schmal. Er musterte Andrei auf eine Art, die diesem nicht gefiel. Also was willst du? Fragte Andrei. Ich habe nichts. Du hast etwas, behauptete Abudun. Dich. Mich? Andre blinzelte. Du. Du verlangst mich als Sklaven? Das wäre ziemlich töricht, antwortete Abudun. Er klang jetzt ein bisschen unruhig. Wer würde schon einen Sklaven halten, der fähig ist, Dinge zu tun, wie du sie tun kannst. Und dich zu verkaufen wäre nicht sehr klug. Tote Kunden sind keine sehr zufriedenen Kunden. Was willst du dann? fragte Andre. Er hat ein ungutes Gefühl. Ich will so werden wie du, sagte Abudun gerade heraus. Es dauerte einen Moment, bevor Andrei antwortete. Er wählte seine Worte sehr sorgfältig. Damit ich dich richtig verstehe, Abudun, begann er. Du hältst mich für einen Dämon, aber du willst trotzdem, dass...« du bist so wenig ein Dämon wie ich, unterbrach ihn Abudun. Ich glaube nicht an all diesen Unfug von Dämonen und Geistern, und ich glaube auch nicht, dass ich meinen Seelenheil aufs Spiel setze, wenn ich mich mit dir einlasse. Wenn es so etwas wie den Teufel gibt, so gehört ihm meine Seele ohnehin schon. Ich habe also nichts zu verlieren, aber eine Menge zu gewinnen. Ich will deine Geheimnisse kennenlernen, Delani. Selbst wenn ich es wollte, könnte ich sie dir nicht verraten, sagte Andrei. Wieso nicht? fauchte Abudun. Weil ich sie nicht kenne, erwiderte Andrei. Ich bin, was ich bin. Aber ich weiß nicht, wer mich dazu gemacht hat oder warum oder oder gar wie. Und wenn du es wüsstest, würdest du es mir nicht verraten, sagte Abu nickend. Ich verstehe. Er schüttelte ein paarmal den Kopf. Ich habe von Männern wie dir gehört, Andre Delany. Männer, die sich unsichtbar machen können, die durchs Feuer schreiten und sich schnell wie der Wind zu bewegen vermögen, und die unsterblich und unverwundbar sind. Ich habe gedacht, es wäre nur ein Märchen, aber nun stehe ich einem von ihnen gegenüber. Das meiste von dem, was du gehört hast, ist zweifellos übertrieben, sagte Andrei vorsichtig. Du bist zu bescheiden, Delani, sagte Abu Ich weiß, was ich gesehen habe. Er kam näher, streckte die Hand aus und machte dann eine blitzartige Bewegung, so dass einer der mit schweren Edelstein besetzten Ringe an seinen Fingern Andres Wange aufriß. Der Kratzer tat nicht besonders weh, aber er blutete. André wollte die Hand an die Wange heben, aber Abudun ergriff blitzschnell sein Gelenk und zwang den Arm herunter. In seinen Augen war nicht die geringste Regung zu erkennen, als er dabei zusah, wie sich der Schnitt in André's Wange schloss. Und ich weiß, was ich sehe. André riss sich los. Du irrst dich, wenn du glaubst, dass ich dir dazu verhelfen könnte, sagte er. Ebenso gut könnte ich von dir erwarten, mich so schwarz zu machen, wie du es bist. Das glaube ich dir sogar, Delani, sagte Abudun. Also, »Hier mein Vorschlag. Ich setze deine Leute im nächsten Hafen ab, von dem aus sie sicher in ihr Heimatdorf zurückkehren können. Sie bleiben unter Deck und sie bekommen zu essen und zu trinken. Ich lasse ihre Ketten lösen, wenn du es wünschst. Aber ich will sie nicht an Deck sehen. Die Reise wird vier oder fünf Tage dauern, allerhöchstens sechs. Sie sind dort unten besser aufgehoben als oben an Deck.« »Und was verlangst du dafür?« fragte Andrei misstrauisch. »Ich hatte erhebliche Unkosten«, sagte Abudun. Ich habe für deine Leute bezahlt, Elani. Sie essen und trinken, und ich werde nichts für sie bekommen. Meine Mannschaft verlangt den Anteil an einem Gewinn, den ich nicht haben werde, und der schwarze Engel weiß, was uns auf dem Weg die Donau hinauf erwartet. Du hast es selbst gesagt. Dein Freund Domenikus wird nicht begeistert sein, wenn er erfährt, dass ich deine Familie nach Hause gebracht habe, statt sie auf dem Sklavenmarkt zu verkaufen. Anscheinend ist alles wahr, was man sich über arabische Markthändler erzählt, stellt André fest. Was willst du? Abodun lächelte. Dich, sagte er. Für ein Jahr. Du wirst bei mir bleiben als mein Sklave und Leibwächter. Ich bin kein Pirat, sagte André entschieden. Das bin ich auch nicht, antwortete Abodun. Jedenfalls nicht immer. Ich werde nicht von dir verlangen, dass du gegen deine Landsleute kämpfst. Du wirst mein Leibwächter mehr nicht. Ich werde dich ein Jahr lang beobachten und versuchen, hinter dein Geheimnis zu kommen. Nach einem Jahr kannst du gehen. Und, wenn ich ablehne? fragte Andrei. Dann machen wir weiter, wo wir gerade aufgehört haben, antwortete Abudun ungerührt. Wir werden kämpfen. Vielleicht wirst du mich töten, aber dann werden meine Männer dich töten, den Jung und wahrscheinlich alle deine Leute. Vielleicht werde ich auch gewinnen, und dann werden meine Krieger ausprobieren, wie unverwundbar du wirklich bist. Er sprach ganz ruhig. In seiner Stimme war keinerlei Drohung, aber er meinte die Worte auch ganz genauso, wie er sie sagte. »Wenigstens bist du ehrlich«, sagte Andrei und stand auf. »Ein Jahr? Nicht länger?« »Von heute an gerechnet«, sagte Abudun. »Dann haben wir einen Handel.« Der Himmel begann sich grau zu färben, als Frederik aus den Gefangenenquartieren zurückkehrte. Er war ungewöhnlich still, und soweit Andrei das in dem blassen Licht erkennen konnte, hatte sich seine Gesichtsfarbe der des verhangenen Himmels über ihnen angepasst. Nun, fragte Andrei, er hatte sich im Bug des Schiffes niedergelassen und die Beine an den Körper gezogen. Seine Kleider waren mittlerweile getrocknet, und Abudun hatte ihm eine Decke gebracht, aber er zitterte trotzdem vor Kälte. Er würde nicht krank werden, das wusste er, aber seine Fähigkeit zu leiden war so groß wie die jedes anderen Menschen. In seiner Stimme war ein leises Zittern, von dem er sich einredete, dass es hauptsächlich an der Kälte lag, die in Wellen von der Wasseroberfläche hochstieg. Frederik warf einen sehnsüchtigen Blick nach Achtern, bevor er sich neben ihm niederließ. Keiner der Piraten hatte in dieser Nacht geschlafen. Die Männer hatten sich um ein Becken mit glühender Kohle geschart, und André konnte sich gut vorstellen, was jetzt in Frederik vorging. Auch er hätte eine Menge dafür gegeben, dort hinten in der Wärme zu sitzen. Die Vorstellung, dass diese Männer für das nächste Jahr seine Kameraden sein würden, erschien ihm absurd. "Es ist schrecklich", murmelte Frederik. "Viele sind krank." Ich glaube einige werden sterben. Die Delanis sind zäh«, sagte Andrei. Du antwortete Frederik. Ich, die meisten anderen nicht. Warum bist du nicht nach unten gekommen? Vielleicht aus dem gleichen Grund, aus dem er so viele Jahre gezögert hatte, nach Hause zu gehen, dachte Andrei. Diese Leute waren seine Familie. Manche von ihnen waren mit ihm verwandt. Hätte er sich die Mühe gemacht, die Geschichte des Dorfes weit genug zurückzuverfolgen, hätte er vermutlich festgestellt, alle Sie waren die einzige Familie, die er hatte, und doch hatte er fast Angst vor dem Moment, in dem er sie wiedersehen würde. Es gibt einen Grund, aus dem ich damals weggegangen bin, sagte er nach einer Weile. Ich weiß, Frederik setzte sich neben ihn. Woher? Weil ich Ihnen gesagt habe, dass du hier bist, sagte Frederik. Sie sollen wissen, dass du dein Leben riskiert hast, um sie zu retten, obwohl sie dich damals davongejagt haben. Sie wussten es nicht besser, sagte André. Vielleicht hätte ich nicht anders gehandelt an ihrer Stelle. Sie sind Dummköpfe, beharrte Frederik. Sie haben Angst vor uns, weil, weil wir anders sind als sie. Wir? fragte André. Wir, beharrte Frederik. Ich bin wie du, nicht wie diese undankbaren Narren. Ich habe ihnen gesagt, was du getan hast, damit sie ihre Freiheit zurückbekommen. Man sollte meinen, dass sie dankbar sind, aber ich habe nicht viel davon gespürt. Menschen fürchten die Dinge, die sie nicht verstehen, sagte André. Das ist nun einmal so. Abudun scheint das nicht so zu sehen. Abudun ist Abudun, sagte Andrei ausweichend. Er ist er ist anders als die meisten Männer. Und du bist ganz sicher, dass du wirklich mit ihm gehen willst? erkundigte sich Frederik, nachdem Andrei ihm von dem Handel erzählt hatte. Sicher? Nein, das war er ganz gewiss nicht. Ihm fielen auf anhieb zahlreiche Dinge ein, die er lieber getan hätte. Trotzdem nickte er Es ist am besten so. Du wirst sie nach Hause begleiten, und ich werde nachkommen, etwas später. Nach einem Jahr. Ein Jahr ist kurz, sagte Andre. Es bedeutet nicht viel. Für mich noch weniger als für die meisten anderen. Du glaubst tatsächlich, dass Abu Wort hält, sagte Frederik. Er wird warten, bis er hat, was er von dir will, und dann wird er dich töten. Es ist nicht so leicht, mich zu töten. Kann man dich. Frederik verbesserte sich. Kann man uns überhaupt töten? Oh ja antwortete André. Es war nicht das erste Mal, dass Frederik versuchte, das Gespräch auf dieses Thema zu lenken. Bisher hatte André es stets unterbunden. Frederik war viel zu jung. Er konnte einfach nicht mit allem fertig werden, was auf ihn einstürmte. Und da war noch etwas. Manchmal glaubte er, etwas Dunkles an dem Jungen zu spüren, das ihn erschreckte. Aber sie würden nicht mehr lange zusammen sein und es gab ein paar Dinge, die er Frederik sagen musste. »Es gibt viele Methoden, uns zu töten, Frederik.« wenn man dich enthauptet, bist du tot. Wenn man dir das Herz aus dem Leib reißt, bist du tot. Wenn man dich verbrennt, bist du tot. Wir sind nicht unverwundbar, Frederik, und schon gar nicht unsterblich. Unsere unsere Körper sind nur, er suchte nach Worten, erheblich widerstandsfähiger als die der meisten anderen, unsere Wunden heilen schneller. Wie bei einem Salamander, dem ein Schwanz oder ein Bein nachwächst, wenn man es ihm abschneidet, sagte Frederik. Wenn man einem Salamander den Kopf abschneidet, ist er tot, sagte André ernst. Frederik wollte etwas erwidern, aber André schüttelte den Kopf und fuhr fort. Du darfst deine Unverwundbarkeit niemals als Waffe einsetzen, hörst du. Niemand darf davon erfahren. Das weiß ich längst, sagte Frederik. Außerdem wissen schon viele um dieses Geheimnis. Vater Dominikus, und er wird es niemandem erzählen, unterbrach ihn André. Selbst wenn er es tatsächlich überlebt haben sollte, dass du ihm einen Dolch durch die Kehle gestoßen hast.« »Ich wollte nur, ich wäre sicher gegangen, dass er wirklich tot ist«, sagte Frederik feindselig. »Vielleicht ist er auch schon längst tot«, sagte André leise, während ein ganz anderes Bild als das des grausamen Kirchenfürsten vor seinem inneren Auge aufstieg. Das von Dominikus' Schwester Maria, die er in Konstanta unter dubiosen Umständen kennengelernt hatte. Zu behaupten, Maria hätte ihm den Kopf verdreht, wäre maßlos untertrieben gewesen. Doch Frederik hatte den verhaßten Inquisitor Dominikus auf dem Marktplatz von Constanta niedergestochen. Mit dieser Tat hatte er seine von der Inquisition ermordeten oder verschleppten Verwandten rächen wollen. Doch zwischen ihm und Maria war es deswegen zum Bruch gekommen. Im Grunde genommen hatten André und die verwöhnte junge Frau von Anfang an zwei feindlichen Lagern angehört, das allerdings änderte nichts daran, dass er noch immer tiefe Gefühle für das schlanke, dunkelhaarige Mädchen hegte. Fast gewaltsam riss er sich von seinen Erinnerungen los. "Und Dun und seine Piraten? Du wirst sie töten, sobald wir in Sicherheit sind, habe ich recht?" "Nein, Frederik, das werde ich nicht tun", sagte André ernst. Da war sie wieder diese diese Dunkelheit, die er manchmal in Frederik spürte und die ihn erschreckte. Der Junge sprach in letzter Zeit ein bisschen zu viel vom Töten. Nur weil unsere Leben länger dauern als ihre und wir schwerer zu töten sind, sind wir nicht besser. Wir haben nicht das Recht, nach Belieben Menschen niederzumetzeln. Piraten, sagte Frederik verächtlich. Wir sind nicht ihre Richter, sagte André scharf. Willst du so werden wie die Männer in den goldenen Rüstungen? Du bist doch auch ein Krieger, oder? Ich bin ein Schwertkämpfer, antwortete Andre. Ich wehre mich, wenn ich angegriffen werde, ich verteidige mich, wenn es um mein Leben geht. Ich töte, wenn ich es muss, aber ich ermorde niemanden. Und du glaubst, das wäre ein Unterschied? André seufzte. Du musst noch sehr viel lernen, Frederik, sagte er. Zeit genug dazu habe ich ja, sagte Frederik düster. Werde ich immer ein Kind bleiben? Ich glaube nicht, sagte Andre. Ich bin gealtert seit. Seit es geschah. Wir sind nicht unsterblich. Ich weiß nicht, wie alt wir werden, doch irgendwann werden auch wir sterben. Vielleicht in hundert Jahren. Vielleicht in tausend. Er hob die Schultern. Hab keine Angst. Du wirst nicht für immer ein Kind bleiben. Wer sagt, dass mir das Angst macht? Frederik grinste. Manchmal ist es ganz praktisch, für ein Kind gehalten zu werden. Die Menschen neigen dazu, Kinder zu unterschätzen. Er wurde übergangslos wieder ernst. Werden Sie mich auch davon jagen, wenn Sie. Es bemerken? André hätte Frederik gerne belogen, schon um ihm den Schmerz zu ersparen, den auch er nur zu gut kannte, aber er tat es nicht. Das weiß ich nicht, sagte er ausweichend. Du hast es gerade selbst gesagt, erinnerst du dich? Sie fürchten alles, was sie nicht verstehen. Ich will dir nichts vormachen. Er rang sich ein Lächeln ab. Aber du hast noch Zeit. Sicher einige Jahre, bis, bis sie merken, dass mit mir etwas nicht stimmt, führte Frederik den Satz zu Ende dass ich mich nicht verletzen kann, dass ich niemals krank werde und dass ich nicht altere. Er sah Andrei durchdringend an. Was ist das, was mit uns geschieht, Andrei? Ein Segen oder ein Fluch? Vielleicht bekommt man das eine nicht ohne das andere, antwortete Andrei. Du siehst müde aus, Frederik. Du solltest ein wenig schlafen. Du hast mir niemals gesagt, wie es dazu gekommen ist, sagte Frederik, ohne auf seine Worte einzugehen. Wie bist du? Unsterblich geworden. André registrierte das Zögern in seiner Stimme. Frederik hatte etwas anderes sagen wollen, war aber im letzten Moment vor dem Wort zurückgeschreckt. So wie du? sagte er. Ich? Aber ich weiß nicht wie. Erinnerst du dich an die Nacht, in der ich dich aus dem brennenden Gasthaus gerettet habe? Du warst schwer verletzt. So schwer wie noch nie zuvor in deinem Leben. Frederik schauderte. Natürlich erinnerte er sich. Es war erst wenige Wochen her. Du hast lange auf Leben und Tod gelegen, fuhr André fort. Bei mir war es genauso. Ein ein dummer Unfall. Ich war leichtsinnig und fiel vom Pferd und ich hatte das Pech, mit dem Schädel auf einen Stein zu schlagen. Drei Tage lag ich auf Leben und Tod. Ich hatte hohes Fieber und habe wild fantasiert. Aber ich überlebte es. Und von diesem Tag an, er hob die Schultern, ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht hat mein Körper eine Grenze durchbrochen. Vielleicht muss man sterben um zurückzukommen und unsterblich zu sein. Sterben? Frederiks Augen blickten für einen Moment ins Nichts. André konnte sehen, wie ein Schaudern durch seinen schmalen Körper lief. Ich, ich erinnere mich, ich war an einem dunklen Ort, einem schrecklichen Ort. Vielleicht haben wir etwas von dort mitgebracht. Vielleicht ist es auch ganz anders, sagte André. Auch er fröstelte aber diesmal war es ganz eindeutig nicht die äußere kälte die ihn schaudern ließ frederik's worte erfüllten ihn mit einer furcht gegen die er fast wehrlos war es ist nur eine idee meine idee frederik vielleicht ist es nur eine laune der natur das glaube ich nicht antwortete frederik ganz gleich was es auch ist wir müssen damit leben sagte andre leichthin und weißt du wir werden sehr viel zeit haben darüber zu reden er machte eine Kopfbewegung zum Heck des Schiffes hin. Die Männer wissen nicht, dass du so bist wie ich. Das sollte auch so bleiben. Und Abo Dun? Andre war nicht ganz sicher. Ich glaube, er ahnt es, sagte er. Aber er weiß es nicht, und ich finde, das ist auch gut so. Du musst sehr vorsichtig sein, solange du noch an Bord dieses Schiffes bist. Gib Acht, dass du dich nicht verletzt. Schon ein kleiner Schnitt könnte fatale Folgen haben. Frederik runzelte die Stirn. Du meinst, weil wir uns praktisch nicht verletzen können, müssen wir besonders darauf achten, uns nicht zu verletzen. Ganz genau das meine ich. André nickte. Das mag merkwürdig klingen, aber es ist lebenswichtig. Das ist nur zu wahr, sagte Frederik. Es klingt komisch. Aber er lachte, und nach einem kurzen Moment stimmte André in dieses Lachen ein. Er rutschte ein Stück zur Seite und hob die Decke, die Abodun ihm gebracht hatte. Komm näher, junger Unsterblicher, sagte er. Du bist vor Messern gefeit, aber nicht vor Kälte. Ich weiß das, glaub mir. Ich habe zusammengerechnet schon mehr Jahre gefroren, als du alt bist. Frederik kroch zu ihm unter die Decke, und nachdem André sie um seine Schulter gelegt hatte, schmiegte er sich enger an ihn. Nach einer Weile hörte er auf zu zittern, und nach einer weiteren Weile schloss er die Augen, und seine Atemzüge wurden langsamer. Er war eingeschlafen. Und wenigstens für diesen kurzen Augenblick war er nicht mehr als ein verängstigtes, frierendes Kind, dass ich im Schlaf an die Schulter eines Erwachsenen kuschelte. Vielleicht waren es die letzten Tage seines Lebens, in denen er noch Kind sein durfte. Obwohl er es nicht gewollt hatte, war er doch noch eingeschlafen, wenn auch nur kurz. Er erwachte, als sich das Schiff mit einer schwerfälligen Bewegung und einem Geräusch, das an das Seufzen eines müden Wals erinnerte, leicht auf die Seite legte und den Bug in die Strömung drehte. Irgendwo über seinem Kopf erklang ein schweres, nasses Klatschen und graues Licht drang durch seine halbgeschlossenen Lider. Etwas stieß unsanft in seine Rippen. André hob widerwillig die Lider und war nicht überrascht, Abodun mit finsterem Gesicht über sich aufragen zu sehen. Der Pirat trug jetzt wieder seinen Turban, und aus seinem Gürtel ragte der Griff eines gewaltigen Krummsäbels, auf den er die linke Hand gelegt hatte. »Wach auf, Hexenmeister«, sagte Abudun und stieß ihn abermals mit dem Fuß an, diesmal so hart, dass es weh tat. »Es ist heller Tag, und es geziemt sich nicht, dass mein Leibwächter wie ein Hund hier oben an Deck schläft.« »Mein Name ist Andrei«, murmelte der Angesprochene verschlafen, »und ich bin noch nicht dein Leibwächter, erst wenn wir unser Ziel erreicht haben.« Die Nacht war einem Tag gewichen, der nicht wirklich ein Tag war. Klammer Feuchtigkeit hüllte das Schiff ein und die Umgebung war hinter einer grauen Wand verschwunden. Nebel war aufgekommen und es war sehr kalt. André wartete einen Moment lang vergeblich darauf, dass Abudun irgendetwas erwiderte. Dann stand er vorsichtig auf, breitete die Decke über Frederik aus, der ungerührt weiterschlief, und entfernte sich ein paar Schritte. Abudun folgte ihm. Er sagte nichts, aber in seinen Augen funkelte es spöttisch. André sah sich mit ärgerlich gerunzelter Stirn um. Aboduns Männer hatten das Segel gesetzt und arbeiteten schnell, aber sehr präzise, um das plumpe Schiff endgültig in die Strömung zu drehen. Sie hatten bereits Fahrt aufgenommen, aber Andrei konnte das Ufer so wenig sehen wie in der Nacht, denn es wurde anstelle der Dunkelheit nun von einer Wand aus wattigem grauen Nebel verborgen. Was soll das, Abudun? fragte er. Soll ich ein paar Knoten für dich knüpfen oder deinen Männern helfen, die Segel zu setzen? Abudun ignorierte seine Worte einfach. Er war wieder stehen geblieben, und sah nachdenklich auf Frederik hinab, der sich im Schlaf in die Decke eingedreht und auf die Seite gewälzt hatte. Was ist das mit dir und diesem Jungen? fragte er. Ist er wie wie du? Nein, antwortete André. Er war ziemlich sicher, dass Abudun spürte, dass er log. Trotzdem fuhr er fort. Er ist nur ein Junge. Ich mag ihn, das ist alles. Vielleicht, weil er so einsam ist wie ich. Er hat niemanden, weißt du. Abudun schwieg eine ganze Weile. Dann sagte er etwas dass Andrei erschreckte. »Du solltest dich nicht zu sehr an ihn binden, Delany. Der Junge ist nicht gut. Etwas Dunkles lord in seiner Seele. Du bist also nicht nur Pirat und Sklavenhändler, sondern kannst auch in die Seelen von Menschen blicken, ja?« Der Spott klang selbst in andres Ohren schal, und Abudun machte sich nicht einmal die Mühe, darauf zu antworten. Er sah nur den schlafenden Jungen einige Augenblicke lang an, dann deutlich länger Andrei, und machte eine wegwerfende Handbewegung. Der Himmel wird sich lichten, sobald die Sonne ganz aufgegangen ist, sagte er. Das Wetter wird heute gut. Wenn wir günstigen Wind haben, werden wir ein gutes Stück Weg schaffen. Wir müssen, er unterbrach sich, als ihm einer seiner Männer etwas zurief. André verstand nicht was, aber auf Abuduns Gesicht erschien ein überraschter, vielleicht auch erstaunter Ausdruck. Probleme? fragte er spöttisch. Abudun winkte ab, aber diesmal wirkte es eindeutig ärgerlich. Nichts, was dich beunruhigen müsste, sagte er harsch. Hast du nicht selbst gesagt, dass du nichts von der Seefahrt verstehst? Aber ich bin für euer Wohl verantwortlich, Herr, sagte André spöttisch. Also gestattet mir, dass ich mir Sorgen mache. Mach dir lieber Sorgen um deine Zunge, grollte Abu Doun. Aber er lachte bei diesen Worten. Nach einem Augenblick fuhr er fort. Der Mann im Ausguck glaubt, ein anderes Schiff gesehen zu haben. Und was ist daran so ungewöhnlich? fragte André. Ich meine, wir sind mitten auf der Donau. Dann und wann sollten auf großen Flüssen schon Schiffe gesichtet worden sein. Kein Kapitän, der seine fünf Sinne noch beisammen hat, würde bei diesem Nebel lossegeln, sagte Abodun. Es ist viel zu gefährlich. Ach, Abodun spießte ihn mit Blicken regelrecht auf, als er Andres Grinsen bemerkte. Ich bin aus genau diesem Grund losgesegelt, sagte er, weil niemand sonst es täte. Noch einer hat es getan, antwortete Andrej. Ja, bestätigte Abodun. Und genau das gefällt mir nicht. Bring den Jung unter der Hexenmeister und dann komm zurück und bring dein Schwert mit, nur für alle Fälle. André sah ihn fast bestürzt an. Es überraschte ihn kaum zu begreifen, dass Abodun ihm vielleicht doch etwas verschwiegen hatte. Was ihn beunruhigte, war der besorgte Ausdruck auf Aboduns Gesicht. Wortlos drehte er sich zu Frederik herum und schüttelte ihn wach. Im selben Moment, in dem der Junge die Augen aufschlug, wehte ein dumpfer Knall durch den Nebel herüber. Gleichzeitig erscholl ein gellender Schrei. Ein Mann stürzte vom Ast herunter und schlug kaum einen Meter neben Abudun auf die Decksplanken. Abodun fuhr auf, Riss ein Schwert aus dem Gürtel und sprang zur Seite. Er begann in seiner Muttersprache zu brüllen und überall auf dem Schiff rissen die Piraten ihre Waffen hervor und machten sich zur Verteidigung bereit. Nur, dass es niemanden gab, gegen den sie sich verteidigen konnten. Dem Schuss, der den Mann im Ausguck getötet hatte, folgte kein weiterer. Die graue Wand, die das Piratenschiff einschloss, schien lautlos näher zu kommen, aber sie spie keine Angreifer aus. Was ist geschehen? fragte Frederik. André! Nichts, antwortete André. »Ich weiß es nicht. Geh unter Deck, schnell. Und bleib dort, egal was geschieht. Und tu diesmal, was ich dir sage.« Frederik blieb einen Moment trotzig stehen. Dann drehte er sich um und verschwand mit raschen Bewegungen in der offenstehenden Luke. André wartete, bis er aus seinem Blickfeld verschwunden war und trat erst dann an Duns Seite. »Dieser verlogene Christenhund«, sagte Abudun gepresst, »möge der Teufel seine Seele fressen.« »Ich glaube, das hat er bereits getan«, sagte André, »falls wir von dem gleichen Mann sprechen, Vater Domenikus. Aboduns Blick fuhr immer hektischer über die stumpfe, graue Wand, die das Schiff einschloss. Aus dem Nebel drang Geräusche, leise und sonderbar gedämpft, aber eindeutig, als die eines Schiffes zu identifizieren, das allmählich näher kam. »Ich hätte wissen müssen, dass er mich hintergeht«, sagte Abodun. »Trau niemals einem Christen!« Er sah auf den toten Seemann neben sich, und andre folgte seinem Blick. Der Mann war aus mehr als zehn Metern Höhe herabgefallen und mußte sich alle Knochen gebrochen haben aber davon war er nicht gestorben. Seine Brust war voller Blut. Er war erschossen worden. Und das bedeutete, dass die Angreifer nahe waren. Sie befanden sich in der Mitte des Flusses. Selbst der beste Schütze hätte den Mann nicht vom Ufer austreffen können. »Da!« Dun deutete nach rechts. Eine plötzliche Windböe riss den Nebel auseinander, und aus den grauen Fetzen tauchte ein riesiges Schiff auf, dessen Rumpf und Segel vor Nässe glänzten. In seinem Bug, der das Deck des Piratenseglers um mindestens zwei Meter überragte, standen drei hoch aufgerichtete Gestalten. Andres Atem stockte, als er den Schriftzug las, der am Bug des Schiffes prangte. Möwe. Es war Vater Domenicos Schiff. Hund! sagte Abudun hasserfüllt. Verdammter verräterischer Hund! Dafür töte ich ihn. Macht euch bereit. Sie wollen uns entern. Andrés teilte seine Meinung nicht. Die Möwe hielt weiter auf sie zu, doch nun, als er den ersten Schrecken überwunden hatte, sah er auch, dass das Schiff nicht annähernd so riesig war, wie es im ersten Moment den Anschein gehabt hatte. Sein Deck lag ein gutes Stück höher als das des Sklavenseglers, aber es war viel kleiner, und es war kein Kriegsschiff, sondern ein plumper Frachter. Das stimmt etwas nicht, sagte er, Abu Du nickte grimmig. Er mochte ein Mörder sein, aber er war kein Dummkopf. Vielleicht glaubte er, dass ein Christengott ihn beschützt, sagte er. Also gut. Dann entern wir ihn. Ich will diesem Pfaffen lebendig, hört ihr? Den letzten Satz hatte er geschrien, aber seine Männer machten auch jetzt keine Anstalten, seinem Befehl zu folgen. Denn der Wind frischte auf und eine weitere Böe riss den Nebel endgültig auseinander und gewährte ihnen einen Blick auf ein zweites, viel größeres Schiff, das aus der anderen Richtung auf sie zuhielt. Diesmal war André nicht sicher, ob er das Schiff tatsächlich sah oder in eine schreckliche Vision hinabglitt. Das Schiff sah aus, als hätte die Hölle selbst es ausgespien. Es war schwarz. Es musste mindestens doppelt so groß sein wie Abuduns Sklavensegler. Die Reling war mit runden Schilden und gefährlich aussehenden metallenen Dornen gespickt. Auch Segel und Takelage waren schwarz. Das Einzige, was nicht schwarz an ihm war, war ein riesiger feuerroter Drache, der auf dem Hauptsegel prangte. scheitan keuchte Abudun. scheitan das arabische Wort für Teufel.« »Nicht ganz.« Mummelte Andrei, aber ich fürchte, du bist nahe dran. Mühsam riß er seinen Blick von dem schwarzen Segler los und deutete wieder zur Möwe. Vater Domenikos Schiff war mittlerweile nahe genug herangekommen, so daß er die drei Männer erkennen konnte, die in seinem Bug standen. Domenikus und seine beiden dämonischen Krieger, die Männer in den goldenen Rüstungen. Domenikus stand zwar hoch aufgerichtet zwischen den beiden goldenen Rittern, aber nur, weil diese ihn unter den Armen ergriffen hatten und ihn stützten. Die Verletzung, die Frederik ihm zugefügt hatte, war offenbar noch lange nicht verheilt. Da sind Sie! schrie Dominikus. Tötet Sie! Verbrennt die Teufelsbrut! Tötet sie alle! Er machte eine wedelnde Bewegung mit dem linken Arm, die ihn um ein hartes Gleichgewicht gekostet hätte, und hinter der Reling des schwarzen Seglers erschien eine einzelne, bizarre Gestalt. Der Mann war riesig, er mußte weit über zwei Meter messen, und André war nicht einmal sicher, dass es sich wirklich um einen Mann handelte, denn sein Gesicht war so wenig zu erkennen wie irgendetwas von seinem Körper. Er trug eine dunkelrote Rüstung, die die Farbe geronnenen Blutes hatte und über und über mit fingerlangen Stacheln und Dornen gespickt war. Sein Gesicht verbarg sich hinter einem Visier, das der Form nach einem mythischen Fabelwesen nachempfunden worden war. Vermutlich war es der Drache, den das Schiff auch im Segel führte. Verbrennt die Hexen. Schrie Dominikus mit schriller, fast überschnappender Stimme. Der rote Ritter hob den Arm, hinter ihm glomm ein winziger, aber höllisch-weißer Funke auf dem Deck des Schiffes auf. Andrei schloss geblendet die Augen und wandte sich ab, aber es nutzte nichts. Aus dem Funken wurde eine Linie aus orangerotem Feuer, die wie ein glühender Finger in die Höhe und dann wieder hinunter und nach dem Piratenschiff griff. Sie bewegte sich träge, fast gemächlich, und sie war zu kurz gezielt. Der Halbkreis aus flüssigem Feuer verfehlte das Schiff und prallte zwei Meter vor dem Bug aufs Wasser. Die Flammen erloschen nicht. Andrej beobachtete fassungslos, dass das Wasser das Feuer nicht löschte, sondern dass das Feuer den Fluss in Brand setzte. Abodun sog unglaublich die Luft zwischen den Zähnen ein. Was ist das? keuchte er. Das ist Zauberei. Nicht ganz, dachte Andrei entsetzt. Aber es kommt ihr nahe. Griechisches Feuer murmelte er. »Großer Gott! Das ist griechisches Feuer!« Aboduns Antwort ging in einem gellenden Schrei unter. Der Feuerstrahl war weitergewandert, berührte den Bug des Schiffes und setzte die Reling in Brand. Die Männer prallten entsetzt zurück, aber einer der Piraten reagierte nicht schnell genug. Nur ein Spritzer der brennenden Flüssigkeit berührte sein Gewand, aber schon dieser winzige Spritzer reichte, ihn wie eine lebende Fackel auflodern zu lassen. Schreiend torkelte der Mann einige Schritte zurück, und brach zusammen, während vor ihm der gesamte Bug des Schiffes in Flammen aufging. Bei Allah, keuchte Abudun, bringt euch in Sicherheit, ins Wasser! Falls seine Männer die Worte über dem Prasseln der Flammen und dem Chor gellender Schreie überhaupt hörten, so blieb ihnen keine Zeit mehr darauf zu reagieren. Der Finger aus flüssigem Höllenfeuer wanderte weiter und setzte das gesamte Vorderschiff in Brand. Die Hitze war selbst hier so unerträglich, dass André abwehrend die Arme vor das Gesicht riß und für einen Moment keine Luft mehr bekam. Zwei, drei weitere von Abuduns Männern wurden von den brodelnden Flammen ergriffen und verzehrt. Den anderen gelang es, sich in Sicherheit zu bringen, und auch André erwachte endlich aus seiner Erstarrung. Er fuhr herum und rannte mit Riesenschritten auf die Luke zu, in der Frederik verschwunden war. »Lauft!« schrie er. »Bringt euch in Sicherheit!« Aber wie? Er wusste, dass das Schiff verloren war. Nichts, keine Macht der Welt konnte griechisches Feuer löschen. Der gesamte Bug des Schiffes stand bereits in hellen Flammen, die erst dann erlöschen würden, wenn es nichts mehr gab, was sie verzehren konnten. Wer immer an Bord des Drachenseglers die teuflische Maschinerie bediente, die einen längst vergessen geglaubten Schrecken aus vergangener Zeit auf das Schiff schleuderte, er tat es mit erschreckender Präzision. Der Feuerstrahl fraß sich durch das Vorderdeck des Schiffes, spritzte loderne Flammen in die Takelage und setzte die Segel in Brand. André hatte Abu längst aus den Augen verloren. Die Hitze war beinahe unerträglich. Er stürmte die Treppe hinunter und sah gerade noch, wie Frederik die schwere Tür zum Sklavenquartier aufschob, eine Aufgabe, die seine gesamte Kraft zu beanspruchen schien. »Nein!«, wollte er, »nicht!« Frederik hielt mitten in der Bewegung inne und drehte sich verwirrt zu ihm herum. Er hatte offensichtlich keine Ahnung, was direkt über seinem Kopf geschah. André war mit einem einzigen gewaltigen Satz bei ihm und riss ihn zurück. »Hey!«, schrie Frederik, »was?« Die Hitze war mittlerweile selbst hier unten zu spüren. Ein böses, lodernes Licht füllte die Luke aus, durch die André heruntergekommen war. Er hatte keine Zeit für irgendeine Erklärung. Ohne auf Frederiks Widerstand zu achten, zerrte er ihn herum, riss ihn in die Höhe und trug ihn zur Treppe zurück. Hitze schlug ihm wie eine unsichtbare Hand entgegen und nahm ihm den Atem, aber er stürmte weiter. Das Deck war eine Hölle aus Hitze, Licht, Schreien und tobender Bewegung. Frederik stieß einen keuchenden Schrei aus. André versuchte erst gar nicht, sich zu orientieren, sondern rannte blindlings in die Richtung, in der das Licht am wenigsten grell war und ihm die Hitze nicht das Gesicht verbrannte. Eine in Flammen gehüllte Gestalt torkelte vorüber und brach zusammen. Dann prallte André gegen die Reling und wäre fast gestürzt. Ohne darüber nachzudenken, was er tat, schleuderte er Frederik in hohem Bogen über die Reling, fort von dem grausamen, verzehrenden Licht. "Schwimm!", schrie er. "Zum Ufer!" Noch bevor Frederik mit einem gewaltigen Platschen im Wasser verschwand, schwang auch er sich über die Reling und sprang von Bord. Nach der grausamen Hitze, die auf dem Deck des Piratenseglers geherrscht hatte, war das eisige Wasser ein Schock. André schnappte instinktiv nach Luft, schluckte Wasser und spürte, wie sein Herz aus dem Takt geriet, während er von der Wucht des Aufpralls meterweit unter die Wasseroberfläche gedrückt wurde. Automatisch begann er zu paddeln, kam wieder nach oben und rang keuchend nach Luft, als er die Wasseroberfläche durchbrach. Die Luft verbrannte seine Kehle und füllte seine Lungen mit weißem, flüssigem Schmerz. Er schrie, ging abermals unter und kam irgendwie wieder nach oben, ohne zu wissen, wo er war und in welche Richtung er sich bewegte. Neben ihm war plötzlich eine Gestalt, eigentlich nur eine Bewegung. Er glaubte, es sei Frederik, griff zu und spürte, dass er sich getäuscht haben musste. Die Gestalt war zu groß, viel zu schwer und vollkommen reglos. Der Mann war ohnmächtig oder bereits tot. Statt ihn jedoch loszulassen, drehte sich Andrej auf den Rücken, lud sich den Mann so auf die Brust, dass sein Gesicht über Wasser blieb und er atmen konnte und schwamm los. Er konnte nur hoffen, dass er sich in die richtige Richtung bewegte. Diesmal war das Schicksal ausnahmsweise auf seiner Seite gewesen. Schon nach wenigen Augenblicken hatte ihn die an dieser Stelle außergewöhnlich starke Strömung ergriffen. Er hatte nicht versucht, dagegen anzukämpfen, sondern war nur bemüht gewesen, in einen möglichst gleichmäßigen und kräftesparenden Rhythmus zu gelangen. Der Fluss war an dieser Stelle voller Wirbel und reißender Unterströmungen, die einen Schwimmer meilenweit davontragen konnten, aber es gab unweit des Ufers eine Felsgruppe, an der sich das Wasser brach, bis es in größer und langsamer werdenden Spiralen ans Ufer schwappte. André erreichte die Stelle mit letzter Kraft, schleppte sich auf den sanft ansteigenden Streifen aus nassem Sand und kleinen, scharfkantigen Steinen und zerrte mit einer Hand den Mann hinter sich her, den er gerettet hatte. Er bemerkte erst jetzt, dass es Abodun war. Er war ohne Bewusstsein, atmete aber, und André verwandte sein letztes bisschen Kraft darauf, ihn an Land zu bringen und auf die Seite zu drehen. Dann fiel er auf den Rücken und war für die nächsten Minuten zu nichts anderem mehr fähig, als in den Himmel zu starren und in tiefen, gierigen Zügen ein- und auszuatmen. Eine Reihe qualvoller, würgender Geräusche riss ihn in die Wirklichkeit zurück. Mühsam stemmte er sich hoch, drehte den Kopf und sah – dass Abudun sich ebenfalls halb aufgerichtet hatte und sich keuchend ins Wasser übergab. Der Anblick ließ auch in ihm Übelkeit aufsteigen. Hastig drehte er den Kopf in die andere Richtung und sah auf den Fluss hinaus. Der Nebel hatte sich weiter aufgelöst, wenn auch nicht vollkommen. Der graue Dunst, der über dem Wasser hing, reichte geradeaus, die Konturen der Dinge zu verwischen und die Szenerie noch gespenstischer erscheinen zu lassen. Der Sklavensegler hatte sich in einen schwimmenden Scheiterhaufen verwandelt. Er brannte lichterloh vom Bug bis zum Heck. Tagelage und Segel hatten sich in der infernalischen Hitze des griechischen Feuers längst aufgelöst und gerade, als Andrejs Blick ihn streifte, brach der Mast brennend in zwei Teile und stürzte ins Wasser. Sowohl die Möwe als auch der schwarze Drachensegler waren wieder auf respektvollen Abstand gegangen, um nicht von dem Inferno erfasst zu werden, das sie selbst entfesselt hatten. Sie kamen Andrej vor wie zwei Raubtiere, die ihre Beute geschlagen hatten und nun geduldig abwarteten, bis sie ausgeblutet und ihr Todeskampf vorüber war. An Bord des Piratenschiffes konnte niemand überlebt haben. André erinnerte sich an die Hitze, die selbst zehn Meter entfernt im Wasser schier unerträglich gewesen war. Niemand konnte diese Hölle länger als einige Augenblicke überstehen, und André betete, dass es so war. Sein Blick suchte die Möwe. Sie befand sich noch immer auf der anderen Seite des brennenden Piratenschiffes und das gleißende Licht ließ sie zu einem bloßen Schämen werden, so daß er die drei Gestalten, die hoch aufgerichtet in ihrem Bug standen, nicht erkennen konnte. Vermutlich waren sie schon gar nicht mehr da, sondern vor der Hitze geflohen, die selbst in zwanzig oder dreißig Metern Entfernung noch enorm sein musste. Er stellte sich Vater Domenikos Gesicht so deutlich vor, als stünde dieser Teufel im Inquisitorgewand auf Armeslänge vor ihm. Verbrennt die Hexen. Ja, und sie waren tot. Seine Familie, beinahe jeder, den er gekannt hatte, jeder, der seines Blutes gewesen war, war ausgelöscht. Nun gab es nur noch ihn und Frederik. Verbrennt die Hexen. Du wirst mir jetzt sagen, was du geplant hattest, Pirat, sagte er leise, kalt und mit einer Stimme, die so schneidend war wie Stahl. Abu Dún hatte aufgehört, sich zu übergeben und starrte wieder aus glasigen Augen auf den Fluss hinaus. Sein Gesicht war mit großen Brandblasen übersät. Hört nichts, sag es mir. Abu Dun unterbrach ihn andrej Oder bei Gott, ich schwöre dir, dass ich dir dein Herz herausreiße und dich dabei zusehen lasse. Er sprach nicht sehr laut und in seiner Stimme war fast kein Gefühl. Aber vielleicht war es gerade das, was Abu Dun erkennen ließ, wie bitter ernst diese Worte gemeint waren. Der Pirat schwieg noch eine Weile, dann riss er seinen Blick mit erkennbarer Mühe von dem lodernden Scheiterhaufen los, der im Fluss schwamm. Wir hatten nichts geplant, murmelte er. Dominikus Schergen haben mich hierher bestellt, wir wollten uns treffen, eine knappe Tagesreise weiter flussaufwärts. Wozu? Sie haben gesagt, sie, sie hätten einen Käufer für die Sklaven, antwortete Abodun. Ein Mann, der einen guten Preis für kräftige Arbeiter und fleißige Weibstücke zahle. Und warum hat er sie da nicht selbst zu ihm gebracht? Andrei beantwortete sich seine Frage. Ein Inquisitor, der mit Sklaven handelte? Ausgeschlossen. Er hat das geplant, murmelte Abudun. dieser dieser verlogene Hund. Er wollte uns alle töten. Mich. Verbrennt die Hexen. Einen ganz kurzen Moment lang hatte sich André gefragt, ob Dominikus vielleicht von Abuduns plötzlichem Sinneswandel erfahren hatte und dieser heimtückische Überfall seine Antwort darauf war. Aber selbstverständlich war das unmöglich. Der Drachensegler war nicht aus dem Nichts aufgetaucht. Eine Falle wie die, in die sie gelaufen waren, bedurfte langer und sehr sorgfältiger Vorbereitung. Er löste seinen Blick von der Möwe und dem brennenden Schiff davor und wandte sich dem Drachensegler zu. So wenig ihr Vater Domenikus und die beiden goldenen Ritter wirklich erkennen konnte, umso deutlicher sah er den Riesen in der blutfarbenen Rüstung. Sie verfehlte ihre Wirkung nicht. »Ich werde ihn töten«, sagte Dun, »und wenn es das Letzte ist, was ich tue.« »Nein«, sagte andre leise, »das wirst du nicht, Pirat.« Er stand auf. »Ich werde es tun. Zuerst ihn und dann Domenikus und seine beiden scharken er legte eine hörbare Pause ein, in der er Abudun durchdringend und eisig ansah. Und wenn es sein muss, jeden, der sich mir in den Weg stellt. Abudun wirkte für einen Moment regelrecht erschrocken, dann drehte er sich herum und schöpfte mit den Händen Wasser aus dem Fluss, um sich das Gesicht zu waschen. »Ich habe mich noch gar nicht bei dir bedankt, dass du mir das Leben gerettet hast, Hexenmeister«, sagte er. »Ich werde dir zum Dank zwei Monate von deiner Schuld erlassen.« oder sagen wir, besser drei. Niemand soll Abudun nachsagen, daß ihm sein eigenes Leben nichts wert ist. Schuld? André schüttelte den Kopf. Ich schulde dir nichts, Pirat. Unser Handel ist hinfällig. Deine Ware ist gerade verbrannt. Und du sagst, ich wäre ein harter Verhandlungspartner. Abudun spie ins Wasser, stand auf und zog eine Grimasse, als er mit spitzen Fingern die Brandblasen auf seinem Gesicht betastete. Du hast mich gerettet und den Jungen nicht", sagte er nachdenklich. "Frederik kann auf sich selbst aufpassen", antwortete Andrej. Er starrte weiter in die Richtung des Drachenseglers. Auf dem großen Schiff waren mittlerweile gut zwei Dutzend Männer erschienen, aber Andrej hatte nur Augen für den Mann in der blutfarbenen Rüstung. "Der Junge ist so wie du", sagte Abodun. "Warum überrascht mich das nicht?" Er wird trotzdem nicht besonders erfreut sein, dass du ihn im Stich gelassen hast, um das Leben eines Piraten zu retten. Er ist vor allem nicht so geduldig wie ich. André antwortete, ohne eigentlich zu wissen, was er sagte. Sein Blick brannte sich währenddessen geradezu in den Drachenritter ein. Der Mann stand reglos wie eine aus rotem Stein gemeißelte Statue im Bug seines unheimlichen schwarzen Schiffes, das Gesicht in Richtung des brennenden Piratenseglers gerichtet. Und trotzdem hatte andrej das Gefühl dass er wusste, wer ihn vom Ufer aus beobachtete. Eine spürbare Bosheit schien von der Gestalt in der roten Rüstung auszugehen. Reine Gewalt, die Gestalt angenommen hatte. »Soll es eine Warnung sein?« »Nein«, antwortete eine Stimme aus dem Wald hinter ihnen, bevor André es tun konnte. »Ein Versprechen. Gib mir einen Grund und ich, und ich reiße dir die Kehle heraus und trinke dein Blut.« Frederik stolperte aus dem Wald heraus und kam mit kleinen, ein wenig unsicher wirkenden Schritten auf ihn zu. »Frederick«, sagte Andrei müde. Frederik sah aus zornig funkelnden Augen zu ihm hoch, aber er sagte nichts mehr, sondern ging wortlos an ihm und Abudun vorbei und stieg auf einen Felsen, der in Ufernähe aus dem Sand ragte. Es war vollkommen unnötig. Er mußte das nicht tun, um freie Sicht auf den Fluss und das brennende Schiff zu haben. Andrei kam sein Verhalten seltsam unangemessen vor, vor allem als er in sein Gesicht sah. Frederik war nicht entsetzt. Da war keine Trauer, kein Zorn nicht einmal diese schreckliche saugende leere, die André am Anfang gefühlt hatte und auch jetzt noch fühlte. Obwohl ihn der bloße Gedanke entsetzte, schien ihm alles, was er auf Frederiks Gesicht erblickte, so etwas wie gelindes Interesse zu sein. Er betrachtete den Tod all seiner Freunde und Verwandten auf die gleiche Weise, mit der er einem eindrucksvollen, aber nicht besonders originellen Schauspiel gefolgt wäre. "Wir sollten von hier verschwinden", sagte Abodun. »Dieser Teufel wird vielleicht das Ufer absuchen lassen, um sicherzugehen, dass es keine Überlebenden gibt.« »Das braucht er nicht«, sagte André leise. »Er weiß, dass wir hier sind.« Und als hätte er seine Worte gehört, drehte sich der Ritter in der stache roten Rüstung herum und sah ihn an. Nicht nur wegen Abuduns Befürchtung, Dominikus und sein unheimlicher Verbündeter könnten das Ufer nach Überlebenden absuchen, brachen sie kurze Zeit später auf. Sie bewegten sich flussaufwärts entgegen der Strömung, die sie ans Ufer getragen hatte. Wäre es nach Frederik gegangen, dann wären sie unverzüglich wieder ins Wasser gestiegen, um zur Möwe und anschließend zum Drachensegler zu schwimmen und furchtbare Rache für den Tod der Delanis zu nehmen. Auch ein Teil von Andrei schrie nach Blut, so laut, dass es ihm immer schwerer fiel, die Stimme zu überhören. Auch er wollte die beiden goldenen Ritter und vor allem Vater Domenikus tot sehen, aber es wäre töricht gewesen, diesem Wunsch auf der Stelle nachzugehen, schon weil sie diesen Kampf verloren hätten. Was hast du jetzt vor? fragte Frederik, nachdem sie eine Weile unterwegs waren. Da sich der Nebel vollends gehoben hatte, waren nicht nur die beiden ungleichen Schiffe deutlich zu erkennen gewesen, auf der Möwe und dem Drachensegler musste nur jemand in ihre Richtung blicken, um sie sofort zu sehen, so dass sie gezwungen waren, sich im Schutz des Waldes fortzubewegen. Ihr Tempo war dadurch noch weiter gesunken. Ich meine, nur wenn die Frage gestattet ist und ich nicht zu unwürdig und dumm bin, um Kenntnis von deinen genialen Plänen zu haben, fuhr Frederik in bösem Tonfall fort, als André nicht sofort antwortete. Diese Worte waren die ersten, die er gesprochen hatte, seit sie aufgebrochen waren, aber er hatte auf eine ganz bestimmte Art geschwiegen, die André nicht gefiel. Du bist vor allem ein Kind, das sich am Rande einer Tracht Prügel bewegt, sagte Abu Doun, als klar wurde, dass André auch jetzt nicht antworten würde. Lehrt man Kinder bei euch so mit Erwachsenen zu reden? Frederik würdigte ihn nicht einmal einer Antwort, sondern schenkte ihm nur einen verächtlichen Blick. Dann wandte er sich noch einmal und in noch herausfordernderer Art an Andrei. Also, was haben wir vor? Etwas sehr Wichtiges, sagte Andrei mit fast ausdrucksloser Stimme. Am Leben zu bleiben. Oh, machte Frederik in höhnisch gespielter Überraschung. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Das ist also dein, dein großartiger Plan. »Ja«, sagte Andrei, »das ist er.« Er war nicht einmal sonderlich wütend über den unverschämten Ton des Jungen, aber er musste sich trotzdem beherrschen, um ihm nicht die Tracht Prügel zu verabreichen, die Abudun ihm gerade angedroht hatte. »Aber wenn du vor Tatendrang gar nicht mehr weißt, was du tun sollst, dann lauf in den Wald und such ein bisschen trockenes Feuerholz. Wir sind weit genug entfernt, ich möchte rasten und meine Kleider trocknen.« »Ein Feuer?« Höhnte Frederik. Was für eine wunderbare Idee, damit man den Rauch von den Schiffen aussieht und sie uns nicht erst umständig zu suchen brauchen. André konnte ein Feuer entzünden, das ohne Rauch brannte, und Frederik wusste das sehr genau. Trotzdem antwortete er. Dann hättest du doch, was du dir wünschst. Er schüttelte müde den Kopf und schnitt Frederik mit einer entsprechenden Geste das Wort ab, als dieser etwas erwidern wollte. Geh! Natürlich gehorchte Frederik nicht sofort, sondern starrte ihn noch einen Moment aus trotzig funkelnden Augen an, aber dann wandte er sich um und verschwand mit stampfenden Schritten im Wald. Abodun sah ihm kopfschüttelnd nach. »Warum legst du den Bengel nicht übers Knie und ziehst ihm den Hosenboden stramm?«, fragte er. »Lass ihn«, sagte André leise. »Er ist verzweifelt, das ist alles. Es war seine Familie, die auf dem Schiff verbrannt ist. Verzweiflung ist noch lange kein Grund, seinen Verstand abzuschalten,« knurrte Abodun. »Man kann keine Rache üben, wenn man tot ist.« Statt zu antworten deutete André mit einer Kopfbewegung auf eine Gruppe halbmannshoher Findlinge in vielleicht hundert Schritten Entfernung, die fast bis ans Wasser heranreichten und durch eine Laune des Zufalls so angeordnet waren, dass sie ihnen einen perfekten Sichtschutz zu beiden Schiffen hinboten. Abudun runzelte die Stirn, widersetzte sich aber nicht, sondern folgte ihm zu der bezeichneten Stelle. Erst als André sich nach einem letzten sichernen Blick zu den Schiffen hin zwischen den Felsen niedergelassen hatte, knüpfte er an das unterbrochene Gespräch an. Diese drei Ritter, die Dominikus begleiten, sie sind wie du, hab ich recht? Zwei, sagte Andrei ruhig. Es sind nur zwei. Aber Dun setzte sich mit unterschlagenen Beinen neben ihn und schüttelte heftig den Kopf. Du bist schlecht informiert, Hexenmeister, sagte er. Du solltest deine Feinde kennen. Es sind drei. Ich habe sie selbst gesehen. Sie waren zu dritt, erwiderte Andrei. Ich habe einen von ihnen getötet. Dann sind sie nicht unsterblich. »Doch«, sagte Andrei. Er wollte nicht reden, aber Abudun war offensichtlich nicht gewillt, einfach nachzugeben. Der Pirat machte ein verwirrtes Gesicht. »Das verstehe ich nicht«, sagte er. »Erst sagst du, sie sind wie du und dann wieder...« Er schwieg einen Moment und ein sonderbares Funkeln erschien in seinen Augen. »Ich verstehe«, murmelte er. »Das glaube ich nicht.« »Ihr seid gar nicht unsterblich«, fuhr Abudun unbeeindruckt fort. »Man kann euch töten.« »Vielleicht«, antwortete André. »Aber bevor du jetzt etwas tust, was dich womöglich deinen Hals kostet, lass dir gesagt sein, dass es nicht leicht ist, einen von uns umzubringen. Selbst ich kenne nur eine sichere Methode.« hm. »Würdest du sie mir verraten?« fragte Abudun mit ernstem Gesicht. André sah ihn kurz skeptisch an und musste dann gegen seinen Willen lachen. »Ich werde nicht schlau aus dir, Pirat«, sagte er. »Was bist du, dumm oder nur dreist?« so ähnlich geht es mir auch, antwortete Abudun grinsend. Ich verstehe allmählich die Welt nicht mehr. Bis jetzt habe ich geglaubt, dass jeder Mann mit einem guten Messer zu töten ist. Dann habe ich dich kennengelernt und als wäre das nicht genug, er suchte nach Worten, wimmelt es plötzlich rings um mich herum von Hexenmeistern, die nicht zu töten sind. Es ist verrückt. Was willst du? fragte André noch immer mit einem leisen Lächeln in der Stimme, aber mit ernstem Blick. Wieso bist du noch bei uns? Die Frage ist, was willst du?", entgegnete Dun. "Ich bin jetzt ein mittelloser Mann. Das Schiff und seine Ladung waren alles, was ich besaß. Ich kann nicht einfach in meine Heimat zurückkehren, weil du ohne dein Vermögen und eine Bande von Halsabschneidern in deiner Begleitung nicht sicher wärst", vermutete Andrei. "Mir bricht das Herz", Dun. Der Pirat grinste noch breiter, aber die nässenden Brandblasen auf seinem Gesicht ließen das Grinsen eher zu einer erschreckenden Grimasse werden. "Es tut gut zu wissen, dass man noch Freunde hat." Wir sind keine Freunde", antwortete Andrej. "Und du solltest dir das auch nicht wünschen, Pirat. Meine Freundschaft bringt nur zu oft den Tod. Wir werden uns trennen. Du kannst dich an unserem Feuer aufwärmen und deine Kleider trocknen, aber danach geht jeder von uns seiner Wege." "Aber du seufzte. "Und äh, wohin führen dich deine Wege? Warum willst du das wissen?", fragte Andrej. "Es lohnt nicht mehr, uns auszurauben. Wir haben nichts mehr, was man uns noch nehmen könnte." Jetzt bist du es, der mir das Herz bricht, sagte Abudun seufzend. Aber, wer weiß? Vielleicht habe ich ja etwas, das du haben willst. Und was sollte das sein? Dun schüttelte den Kopf. Nicht so vorschnell, Delani. Wenn wir einen Handel abschließen, muss ich erst sicher sein, auch auf meine Kosten zu kommen. Ich kann es mir nicht mehr leisten, großherzig zu sein. André hatte bisher gar nicht gewusst, dass Abodun dieses Wort überhaupt kannte, und er war auch ziemlich sicher, dass Abodun nichts hatte, was ihm oder Frederik von Nutzen sein konnte. Wahrscheinlich wollte der Pirat einfach nur im Gespräch bleiben. Aber was hatte er schon zu verlieren, wenn er ihm zuhörte? »Was verlangst du? Vielleicht, dass ich dich am Leben lasse?« »Mein Leben? Das habe ich dir jetzt schon ein paar Mal abgeschachert. Eine Ware verliert rasch an Wert, wenn man zu leichtfertig damit wuchert.« Dun! Das ist schon gut. Der Pirat hob die Hände vors Gesicht, als hätte er Angst, dass André ihn schlug. Nun lass mir doch meinen Spaß. Handeln gehört nun mal zum Geschäft. Wo bleibt denn da der Spaß, wenn man vorher nicht ein bisschen feilscht? André war für einen Moment unschlüssig, ob er laut lachen oder Abodun die Faust auf die Nase schlagen sollte. Der Pirat amüsierte ihn, aber das durfte nicht sein. Abodun war ein Mörder und ein Sklavenhändler und vermutlich noch einiges mehr. Er durfte nicht zulassen, dass ihm dieses Ungeheuer in Menschengestalt sympathisch wurde. »Also gut«, sagte Abudun, »höre zuerst, was ich verlange. Ich will dich begleiten, wenn schon nicht als dein Freund, dann als dein... Äh Ach, such dir was aus.« »Begleiten?« »Begleiten?« fragte André noch einmal. »Aber ich weiß ja selbst noch nicht einmal, wohin ich will. Siehst du, das ist genau meine Richtung. Lass mich eine Weile mit dir ziehen, ich verlange nichts.« da du bisher auch nichts geboten hast, ist das ein fairer Preis, sagte André. Er begann allmählich den Spaß an dem Spiel und damit die Geduld zu verlieren. Vielleicht weiß ich ja, wohin du willst, sagte Abodun. Du suchst Drache, nicht wahr? Ich kann dir dazu verhelfen. Und wie? Der Mann in der roten Rüstung. André's Interesse erwachte schlagartig. Der Drachenritter? Du weißt, wer er ist? Nicht wer, antwortete Abodun hastig. Aber was? Verdammt, sprich endlich! herrschte Andrei ihn an. Wer ist dieser Mann? Woher kennst du ihn? Was? Nicht wer? korrigierte ihn Abudun noch einmal. Die Ritter des Drachenordens. Sie kämpfen gegen Seliks Truppen wie gegen alle Osmanen. Aber man sagt, dass sie auch ihre eigenen Landsleute abschlachten, wenn gerade keine Muselmanen zur Stelle sind. Der Drachenorden? wiederholte Andrei. Er suchte konzentriert in seinem Gedächtnis, aber da war nichts. »Von dem habe ich noch nie gehört.« »Seine Männer sind berüchtigt für ihre Grausamkeit«, sagt Abudun. »Man sagt, sie hätten noch nie eine Schlacht verloren. Aber es sind nicht viele.« »Eine Schlacht«, André verzog angewidert das Gesicht. »Das war keine Schlacht, Abudun. Er hat meine Leute verbrannt wie... wie Vieh.« »So wie meine«, pflichtete ihm Abudun bei. »Aber urteile nicht vorschnell, Delani. Ich will ihn nicht verteidigen, aber...« wenn man zu sehr darauf versessen ist, den Falschen zu bestrafen, dann kommt der Schuldige am Ende davon. Für einen Mann wie Abudun war dies ein überraschend weitsichtiger Gedanke, fand Andre. Er hatte nicht vergessen, was Domenikus gerufen hatte. Verbrennt die Hexen. Er würde es nie vergessen. Und wo finde ich diese Drachenritter? fragte er. Das ist es ja, was ich nicht verstehe, sagte Dun. Wir sind viel zu weit im Osten. »Sie herrschen über einen kleinen Teil des Gebiets, das zwischen Ost-, Süd- und Westkarpaten eingebettet ist. Die Sieben Burgen nennt ihr es, glaube ich.« Er meinte ganz offensichtlich Siebenbürgen, den östlichen Teil der Walachei, dachte Andrei, der von einigen Menschen auch Transsilvanien genannt wird. Das Land jenseits der Wälder. »Was tut der Ritter dann hier?« »Das ist eine interessante Frage,« sagte Abudun. »Auch ich weiß nicht viel über die Drachenritter.« nur so viel eben, dass sie ihre Ländereien selten verlassen sollen, außer im Krieg. Aber ich habe niemals gehört, dass einer von ihnen so weit im Osten gesehen worden wäre.« Er lachte leise. »Es wäre auch tollkühn.« »Warum?« »Sultan Selig hat einen hohen Preis auf den Kopf jedes Drachenritters ausgesetzt,« antwortete Abudun, »und bei ihren eigenen Landsleuten sind sie auch nicht sonderlich beliebt.« »Ein Zustand, den du ja kennen dürftest.« ich habe niemals Menschen getötet, nur weil es mir Freude bereitet, antwortete Abu Dún. Ich bin kein Heiliger, ich bin nicht mal ein ehrlicher Mann, aber glaube mir, im Vergleich zu den Drachenrittern bin ich ein Ausbund an Frömmigkeit und Sanftmut. Er machte ein nachdenkliches Gesicht. Dein Freund Domenikus war nicht gut beraten, sich mit ihnen einzulassen. Wie immer der Handel war, den er mit ihnen geschlossen hat, er wird dabei schlechter stehen. André glaubte ziemlich genau zu wissen, warum Dominikus den Piratensegler in diese teuflische Falle gelockt hatte. Er hatte niemals vorgehabt, die Delanis leben zu lassen. Aber selbst in seiner Position als Vertreter der heiligen römischen Inquisition konnte er es sich kaum leisten, 100 Menschen in aller Öffentlichkeit abzuschlachten. Wenn sie hingegen von einem Sklavenhändler verschleppt wurden und bei einem Befreiungsversuch starben, und wenn besagt, dass Sklavenhändler und seine gesamte Besatzung dabei gleich mit ums Leben kamen, umso besser. Er verstand nur noch nicht ganz, welche Rolle der geheimnisvolle Drachenritter dabei spielte. Noch nicht. Frederik kam spät von seiner Holzsuche zurück, gerade in dem Moment, in dem Andres Sorgen um seinen Verbleib in den Impuls umschlugen, nach ihm zu suchen. Der Junge trug eine Ladung trockener Äste auf den Arm, die ausgereicht hätte, einen halben Ochsen darüber zu braten. Und er sah Andrej auf eine herausfordernde Art an. Er wusste genau, dass er viel zu lange weggeblieben war und wartete nur auf einen Verweis. Andrej hätte ihm auch gerne einen solchen erteilt, aber er schluckte die Worte hinunter, die ihm auf der Zunge lagen, als er in Frederiks Gesicht sah. Es glänzte rosig und so frisch, als hätte Frederik es sich nicht nur gerade gewaschen, sondern auch ausgiebig geschrubbt. Wahrscheinlich hatte er geweint und wollte nicht, dass man es ihm ansah. Andrej respektierte das empfand aber eine vage Trauer. Vielleicht war Frederik einfach noch zu jung, um zu begreifen, dass ein geteilter Schmerz manchmal leichter zu ertragen war. Frederik ließ das gesammelte Feuerholz beinahe auf Aboduns Füße fallen, was dem Piraten ein erneutes, ärgerliches Stirnrunzeln entlockte. »Was macht er noch hier?« Frederik deutete mit einer zornigen Kopfbewegung auf Abodun. »Ich dachte, wir gehen allein weiter.« »Ich habe meine Pläne geändert.« sagte André ruhig. Abodun wird uns begleiten, wenigstens für eine Weile. Ach, ich verstehe, sagte Frederik böse. Verbünden wir uns jetzt mit Piraten? Aboduns Gesicht verfinsterte sich und André begriff, dass der Sklavenhändler am Rande seiner Beherrschung stand. Frederik machte es ihm wirklich nicht leicht. "Er weiß, wo wir den Drachenritter finden", sagte er rasch. "Ich auch", sagte Frederik. Er machte eine entsprechende Kopfbewegung. "Gleich dort hinten." Seine Augen sprühten Funken. Wir brauchen keinen Sklavenhändler, der uns hilft. Warum gehen wir nicht zurück und töten diese Hunde? Weil wir es nicht können, antwortete Andr. Womöglich könnten wir sie überrumpeln, aber wenn es zum Kampf gegen sie käme, würden wir verlieren. Ich würde getötet. Und du auch. Du hast Angst, behauptete Frederik. Ja, gestand André umumwunden. Und das solltest du auch. Oder ist es etwas anderes? Frederiks Augen wurden schmal. Ich verstehe, es ist dieses Weibsstück, nicht? Maria, du glaubst, sie wäre an Bord des Schiffes. Aber Dun blickte fragend, und André musste sich abermals beherrschen, um nicht in gänzlich anderem Ton mit Frederik zu sprechen. Der Junge war verletzt und zornig, aber das gab ihm nicht das Recht, auch anderen weh zu tun. Es war ihm bis jetzt gelungen, die Erinnerung an Domenico's Schwester zu verdrängen, aber Frederiks Worte riefen die qualvollen Bilder wieder wach. Er versuchte sie zurückzudrängen, aber natürlich gelang es ihm nicht. Für einen Moment sah er Marias engelsgleiches Gesicht so deutlich vor sich, dass er sich beherrschen mußte nicht die Hand zu heben, um sie zu spüren. Meine Entscheidung steht fest, sagte er, aber Dun begleitet uns. Wir brauchen ihn. Und jetzt hilf mir Feuer zu machen, es ist kalt. Frederik setzte zu einer scharfen Entgegnung an, doch dann schien ihn irgendetwas, vielleicht etwas, das er in Andres Augen las, zu warnen, und er tat, was Andre von ihm verlangte. Nachdem er einen kleinen Teil des gesammelten Feuerholzes zu einer leicht schiefen Pyramide aufgeschichtet hatte, entzündete André das Feuer mittels zweier trockener Äste, die er so lange aneinander rieb, bis ein dünner Rauchfaden aufstieg und die ersten Funken glommen. Er brauchte nun nur noch wenige Minuten, bis er ein Feuer entfacht hatte, das tatsächlich nahezu rauchlos brannte. Abodun sah ihm mit wachsendem Erstaunen zu. Es zahlt sich tatsächlich aus, in deiner Nähe zu sein, Hexenmeister, sagte er. Feuer ohne Feuerstein. Wie praktisch. Und vor allem eine Idee, die aus deiner Heimat stammt, sagte André in leicht spöttischem Ton. Aber gut. Wie ich sehe, hast du schon den ersten Teil deiner Bezahlung erhalten. Jetzt bist du an der Reihe. In welche Richtung müssen wir gehen? Abodun hielt die Hände über die prasselnden Flammen. Du bist ein zu guter Schüler, Hexenmeister, grollte er. Oder ich ein zu guter Lehrer. Wir müssen nach Westen. Mehr weiß ich im Moment auch noch nicht. Der Weg ist weit. Ein Schiff wäre ideal, aber wir werden keines bekommen. Vielleicht sollten wir versuchen, uns Pferde zu besorgen. Du meinst, stehlen? sagte André. Hast du Geld dabei, um sie zu kaufen? fragte Abudun ungerührt. Er lachte. Keine Sorge, Christ. Ich will nicht, dass dein Seelenheil Schaden nimmt, weil du gegen eines eurer Gebote verstößt. Ich werde uns eine Transportmöglichkeit besorgen und auch alles andere, was wir brauchen. Du wirst niemanden töten, sagte André eindringlich. »Natürlich nicht«, versprach Abudun. »Ich schwöre es, bei meinem Seelenheil.« »Dann kann ich ja ganz beruhigt sein«, sagte André Spöttisch. »Sei nicht zu unbesorgt«, warnte Abudun. »Wie ich dir bereits sagte, wir werden bald auf Sultan Seliks Truppen stoßen. Ich bin einigermaßen sicher, dass sie mir nichts tun werden, aber wir müssen trotzdem vorsichtig sein.« Er wiegte den mächtigen Schädel. »Ihr seid Christen. Es wird nicht leicht zu erklären sein, wieso ihr in meiner Begleitung reist.« »Nicht anders wird es uns in deiner Begleitung gehen«, sagte Andrei. »Worauf wollte Abodun hinaus?« »Genau wie umgekehrt«, bestätigte der Pirat. »Das Beste wird sein, ich gebe euch als meine Sklaven aus, sollten wir auf Männer des Sultans treffen.« Frederik riss die Augen auf und Andrej ergänzte rasch. »Und natürlich sagen wir das über dich, wenn es christliche Truppen sind.« »Natürlich«, sagte Abodun. »Du scherzt«, mischte sich Frederik ein, »du willst nicht im Ernst am Leben bleiben?« Unterbrach ihn Andrei? »Doch. Bis dahin vergeht noch Zeit«, sagte Abudun rasch. »Tage. Die Gegend hier ist ziemlich ruhig, es gibt nichts von Interesse. Das ist ja der Grund, aus dem ich mich hier zum Geschäfte machen treffen wollte.« frederik entging das Stocken in Abuduns Stimme nicht. Seine Augen wurden schmal. »Es ist jetzt genug«, sagte Andrei. »Lasst uns eine Weile ausruhen, bis unsere Kleider getrocknet sind, danach brechen wir auf. Etwas zu essen wäre nicht schlecht«, sagte Abudun. Ich sterbe vor Hunger. Die Wälder sind voller Wild, sagte André. Warum schwatzt du dem Wald nicht einen fetten Braten ab? Warum schneiden wir dir nicht eine Hand ab und braten sie? fragte Abodun. Sie wächst doch sicher nach. Er warf einen Ast ins Feuer und sah zu, wie er knackend zerbarst und einen kleinen Funkenschauer aufsteigen ließ. Kannst du schwimmen, Hexenmeister? fragte er. Ich kann nicht auf dem Wasser gehen, wenn du das meinst, sagte André spöttisch. Ich meine, Musst du atmen, wenn du unter Wasser bist? Genau wie du, bestätigte André. Aber ich kann die Luft ziemlich lange anhalten. Warum? Mein Schiff, antwortete Abudun. Der Fluss ist nicht sehr tief dort, wo es gesunken ist. Jemand könnte hinuntertauchen und etwas von dem Gold in meiner Schatztruhe holen. Wir könnten es sehr gut gebrauchen. Warum tust du es nicht selbst? fragte Andre. Du kennst dich besser auf deinem Schiff aus als ich. Ja, im Prinzip schon, sagte Abudun ausweichend. Es gibt da nur. Eine kleine Schwierigkeit. Und welche? Abudun druckste einen Moment herum. Ich kann nicht schwimmen, gestand er endlich. Andrei blinzelte verwirrt. Wie? Ich kann nicht schwimmen, wiederholte Abudun finster. Ich habe es nie gelernt. Wozu auch? Ich hatte ein Schiff. Ein Pirat, der nicht schwimmen kann? fragte Andrei ungläubig. So wie ein Hexenmeister, der nicht hexen kann. Ich bin kein Hexenmeister und ich kein Pirat. Abudun zog eine Grimasse. Was ist? Wirst du es tun? Andrej überlegte einen Moment. Er war ein ausgezeichneter Schwimmer, und er konnte lange die Luft anhalten, möglicherweise wirklich lange genug, um zum Wrack des Sklavenseglers hinabzutauchen und etwas aus Abuduns Gemach zu holen. Der Pirat hatte recht, sie würden jede einzelne Münze, die er vielleicht aus dem versunkenen Piratenschiff bergen konnte, brauchen. Aber es war riskant. Das Wasser war eiskalt, und er hatte die enorme Kraft der Strömung am eigenen Leib gespürt. Er kannte sich auf dem Schiff nicht aus und dazu kam, dass er nicht wußte, in welchem Zustand sich das Wrack befand. Griechisches Feuer entwickelte eine unvorstellbare Hitze, möglicherweise war von Duns Schatz nichts mehr da. "Also gut", sagte er. "Wir warten eine Weile, wenn sie verschwunden sind, versuche ich es. Wenn nicht, machen wir uns zu Fuß auf den Weg." Es verging eine erhebliche Zeit, bis sie es wagten, ihr Versteck zwischen den Felsen zu verlassen. Kurz vor Ablauf der Frist, die Andrej willkürlich gesetzt hatte, setzte die Möwe ein einzelnes, für den plumpen Rumpf entschieden zu kleines Segel, drehte sich in die Strömung und nahm Fahrt auf, und auch der Drachensegler löste sich mit einer behäbigen Bewegung aus seiner Position und begann sich auf der Stelle zu drehen. André hatte es am Morgen nicht bemerkt, aber nun sah er, dass das Schiff nicht allein auf das riesige Segel mit dem blutroten Drachensymbol angewiesen war, sondern über mehr als ein Dutzend mächtiger Ruder verfügte, die mit gleichmäßigen Bewegungen ins Wasser tauchten und das Schiff langsam von der Stelle bewegten. Andre hatte hastig das Feuer gelöscht, und sie hatten sich eng zwischen die Felsen geduckt und gewartet, bis der unheimliche schwarze Segler vorübergeglitten war. Er bewegte sich genau in der Flussmitte, weil das Wasser dort am tiefsten war aber der nebel war endgültig fort und auch die wolken hatten sich fast vollkommen aufgelöst so daß er das schiff viel deutlicher als in der nacht erkennen konnte es wirkte auch im hellen tageslicht unheimlich und furchteinflößend aber nicht mehr annähernd so majestätisch wie in der nacht von der morbiden schönheit die es trotz allem gehabt hatte war nichts geblieben es wirkte einfach nur schäbig von dem ritter in der blutfarbenen rüstung war nichts zu sehen trotzdem beobachtete andrei das schiff so konzentriert wie er konnte es fuhr nur langsam vorüber, denn selbst die gewaltigen Ruder hatten es nicht leicht, gegen die Strömung anzukämpfen. Das Schiff war von älterer Bauart und sehr groß, wenn auch nicht so gewaltig, wie es ihm in der Nacht vorgekommen war. Die Kombination aus Segeln und Rudern machte es vermutlich sehr beweglich, aber auch langsam. Das Segel mit dem aufgestickten roten Drachen war zerrissen und an zahllosen Stellen geflickt, und die schwarze Farbe, mit der jeder Zentimeter des Rumpfes bedeckt war, erwies sich als Teer auch wenn Andrei sich nicht vorstellen konnte, welchem Zweck er diente. Ein knappes Dutzend Männer hielt sich an Deck auf, auch sie waren ausnahmslos in Schwarz gekleidet und ziemlich heruntergekommen. Sie waren zu weit entfernt, als dass er wirklich Einzelheiten erkennen konnte, aber er hatte eher den Eindruck, es mit Sklaven zu tun zu haben, statt mit Kriegern oder zumindest mit Männern, die zum Dienst gezwungen worden waren. Er prägte sich jedes noch so winzige Detail ein, während das Schiff langsam vorüberglitt. André war ein wenig enttäuscht, seinen unheimlichen Kapitän nicht noch einmal aus der Nähe sehen zu können, zugleich aber auch fast erleichtert. Er war nicht mehr sicher, ob der Drachenritter vorhin nur durch einen Zufall in seine Richtung geblickt hatte. Selbst als der schwarze Segler schon außer Sicht gekommen war, blieb André noch im Schutze der Felsen liegen, ehe er aufstand und sich mit seinen Begleitern auf den Weg zurück zu der Stelle machte, von der aus sie vor nicht allzu langer Zeit aufgebrochen waren. Frederick versuchte ihn von seinem Vorhaben abzubringen, aber Andrei ließ sich nicht beirren. Er zog seine Kleider aus, wies Frederik und Abudun an, ein neues Feuer zu entzünden, stieg ins Wasser und schwamm zu der Stelle, an der Abuduns Schiff untergegangen war. Der Pirat hatte ihm erklärt, wo er zu suchen hatte, und er machte sich unverzüglich an die Arbeit. Der Fluss war an dieser Stelle tatsächlich nicht besonders tief, aber das Schiff lag auf der Seite und es war fast bis zur Unkenntlichkeit zerstört. Das Wasser war so trüb, dass er praktisch blind war. Er brauchte allein drei Versuche, um Abuduns Quartier zu finden. Es dauerte lange, bis er mit seiner Beute zum Ufer zurückkam. Sie war mager genug. Er hatte zwei Beutel mit Goldmünzen gefunden, die einen enormen Wert darstellen mochten, Abudun aber ganz und gar nicht zufriedenstellten. Statt Lob schüttete er einen Schweif von Verwünschungen und Vorwürfen über Andrei aus. Andrei ließ die Vorhaltungen des Piraten schweigend über sich ergehen. Er konnte ihn sogar verstehen. In der Kabine des Piraten hatte er ganze Kisten voller Geschmeide und Edelsteine entdeckt, aber nichts davon mitgenommen. Es hatte ihn sogar einige Mühe gekostet, die beiden schmalen Beutel mit Münzen zu finden. Sie brauchten keinen Schmuck, sie brauchten Geld. Zumindest für die Reise, die vor ihnen lag, würde ihre Barschaft reichen. Er tröstete Abu mit dem Hinweis, dass er ja später wiederkommen und sein Schiff und seine kostbare Fracht bergen lassen konnte, zog seine Kleider wieder an und drängte zum Aufbruch. Frederick konnte sich eine bissige Bemerkung nicht verkneifen, aber Abodun hüllte sich für die nächste Zeit in beleidigtes Schweigen, zumal André keine Anstalt machte, ihm seinen vermeintlichen Besitz zurückzugeben, sondern die beiden Geldbeutel sicher unter seinem Gürtel verstaute. Es war fast Mittag, als sie die Felsgruppe hinter sich ließen, in der sie am Morgen das Feuer gemacht hatten. Auch André hatte mittlerweile Hunger und war so müde, dass er am liebsten gleich wieder eine Rast eingelegt hätte, um eine Weile zu schlafen das war der preis den er für seine beinahe unverwundbarkeit zu zahlen hatte sein körper vermochte wunden mit fast unheimlicher schnelligkeit zu heilen aber er brauchte dafür energie vielleicht mehr als er ihm im moment zur verfügung stellen konnte sie marschierten noch ein paar dutzend schritte weiter dann blieb abudun plötzlich stehen und deutete die uferböschung hinauf da oben scheint mir der weg besser zu sein sagte er André folgte seinem blick abudun hatte recht der Wald lichtete sich dort oben. Das Unterholz war nicht mehr so undurchdringlich wie an den meisten Stellen, und zwischen den Bäumen schimmerte es hell. Vielleicht war es nur ein schmaler Streifen, der die Uferböschung flankierte. Im Gegensatz dazu wurde das Gelände unmittelbar am Wasser stetig unwegsamer. Im Sand türmten sich immer mehr Felsen und scharfkantige Steine, die das Vorankommen zu einer mühsamen und kräftezehrenden Angelegenheit machen würden. Einverstanden, sagte er. Außerdem haben wir von dort oben einen besseren Überblick. Und werden auch besser gesehen, sagte Frederik beunruhigt. Das Risiko müssen wir schon eingehen, antwortete André. Hier unten kommen wir zu langsam voran. Aber, begann Frederik, du kannst ja hier bleiben, fiel ihm André scharf ins Wort. Meinetwegen kannst du auch schwimmen. Seine Geduld war zu Ende. Er hatte bis jetzt Nachsicht mit dem Jungen geübt, soweit es ihm möglich war. Aber nun war's genug. Er funkelte Frederik zornig an, dann fuhr er herum und ging mit weit ausladenden Schritten die Böschung hinauf. Oben, blieb er stehen, nicht nur, damit Abudun und Frederik zu ihm stoßen konnten, sondern auch, um sich umzusehen. Der Wald war hier oben eigentlich kein Wald mehr, sondern nur noch ein schmaler Streifen, hinter dem das Gelände wieder sanft abfiel und zum größten Teil mit Gras, vereinzelten Büschen und wenigen, zumeist halbhohen Bäumen bewachsen war. Das Gehen würde ihn auf diesem Untergrund weitaus leichter fallen. Weit entfernt glaubte er, einen leichten Dunstschleier in der Luft wahrzunehmen. Vielleicht war es Rauch, eine Stadt. Abodun kam mit gemächlichen Schritten auf ihn zu und grinste zufrieden. »Das wäre dann ein weiterer Punkt zu meinen Gunsten«, sagte er. »Ich muss allmählich anfangen, Buch zu führen, um den Überblick nicht zu verlieren.« »Ein Punkt für dich?« Andrei schüttelte den Kopf. »Nur, wenn du uns trägst.« »Ah, du lernst schnell, Hexenmeister«, sagte Abodun. Er lachte. »Komm, der Tag ist noch jung.« »Das ist Wahnsinn«, beschwerte sich Frederik. »Wir sind über Meilen hinweg zu sehen.« »Und warum auch nicht?« fragte André, während sie losging. Wir sind harmlose Reisende, die nichts zu verbergen haben. Wir suchen Menschen, Frederik. Er wies im Gehen auf den Dunst am Horizont, von dem er mittlerweile sicher war, dass es sich um den Rauch von Kaminfeuer handelte. Mit etwas Glück können wir dort ein Pferd kaufen oder einen Wagen. Hast du Lust, ein paar hundert Meilen zu Fuß zu gehen? Er gab sich Mühe, in freundlichem Ton zu sprechen. Sein Zorn war schon wieder verflogen. Frederik schien auch nicht daran gelegen zu sein, den Streit fortzusetzen, denn er beließ es nur bei einem störrischen Blick er wirkte sehr unruhig vielleicht finden wir ja ein paar beeren rief abudun der vorausging oder auch er stockte blieb mitten in der bewegung stehen und machte dann plötzlich einen schritt nach rechts um sich in die hocke sinken zu lassen Andrei trat zu ihm und tat es ihm gleich er fuhr überrascht zusammen als er sah was abudun aus dem gras aufhob auf den ersten blick war es nicht mehr als ein ganz normaler hase aber er war schrecklich zugerichtet eines seiner ohren war abgerissen, beide Augen waren herausgedrückt, und als Abodun sein Maul öffnete, sah er, dass auch seine Nagezähne herausgebrochen waren. Bei Allah, murmelte Abodun, welches Tier tut so etwas? Andrei konnte diese Frage nicht beantworten. Er konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, welches Raubtier seine Beute so zurichten würde. Ein Raubtier, egal ob Katze, Wiesel oder Fuchs, hätte sich kaum damit begnügt, ihn zu töten, ohne wenigstens einen Teil seiner Beute zu verschlingen. Fällt dir nichts auf? Abudun schüttelte den Hasen leicht hin und her. Der winzige Körper bewegte sich auf sonderbar falsche Weise und Andrej begriff, dass jeder Knochen im Leib des Hasen zerschmettert sein musste. Er schüttelte trotzdem den Kopf. Abudun griff nun auch mit der anderen Hand zu und riss zu Andres Entsetzen den Kopf des Hasen mit einem einzigen Ruck ab. Verdammt, rief Andre erschrocken. Was soll das? Bist du. Dann sah er, warum Abudun das getan hatte. Kein Blut, sagte Abudun düster. Jemand hat diesem Tier alles Blut ausgesorgt. Er ließ den zerteilten Hasen fallen, stand auf und wischte sich angeekelt die Hände an den Kleidern ab. Sein Blick irrte in die Runde. Was ist das für eine Teufelei? So was tut doch kein tier was denn sonst fragte frederik bissig glaubst du etwa hier treibt ein dämon sein unwesen er deutete auf den zerteilten hasen warum braten wir ihn nicht jetzt wo du ihn schon halb zerlegt hast abudun starrte ihn fassungslos an und auch andrei spürte ein eisiges frösteln schon bei dem bloßen gedanken dieses tier zu verzehren drehte sich ihm schier der magen um wir finden schon etwas anderes zu essen sagte er kommt gehen wir weiter Sie waren nach einer Weile auf eine Straße gestoßen, die grob in westliche Richtung führte, aber der Tag neigte sich bereits dem Ende zu, bis sie auf die ersten Menschen trafen. Was Andrei in der Ferne gesehen hatte, war tatsächlich der Rauch von Kaminfeuer gewesen. Eine kleine Stadt, aber sie war viel weiter entfernt, als er geschätzt hatte, und die Straße führte keineswegs in gerader Linie darauf zu, sondern schlängelte sich in Windungen. Obwohl sie breit ausgebaut und in gutem Zustand war, begegnete ihn den ganzen Tag über kein Mensch. Als sie sich der Ortschaft näherten, sah Andrei, dass es sich eher um eine kleine Festung als um ein Dorf zu handeln schien. Eine mehr als zwei Meter hohe hölzerne Palisadenwand umgab die gut zwei Dutzend einfache Gebäude, von denen einige in grober Fachwerkbauweise, die meisten aber aus Felsgestein und Lehm errichtet waren. Es gab auch einen hölzernen Wachturm, von dessen gut acht Meter hoher Plattform aus man das Land in weitem Umkreis überblicken konnte, und ein zwar weit offenstehendes, aber sehr massiv wirkendes Tor. Die ganze Verteidigungsanlage war alt und an zahllosen Stellen gepflegt und ausgebessert worden, aber in tadellosem Zustand. Die Dorfbewohner begegneten ihnen mit dem natürlichen Misstrauen einfacher Leute, aber trotzdem freundlich. Es gelang Andrei für einen geringen Preis ein Nachtquartier für Frederik, Abudun und sich zu erstehen und für die kleinste Münze aus Abuduns Beutel ein Abendessen. Es gab gebratenen Hasen. Obwohl der Ort klein war, hatte er einen überraschend großen Gasthof mit gleich mehreren Zimmern, dessen Schankraum sich rasch zu füllen begann, kaum dass die Sonne untergegangen war. Frederick, der als einziger mit wirklichem Appetit zugegriffen hatte, als er den gedünsteten Hasen erblickte, hatte sich direkt nach dem Essen zurückgezogen, aber Andrei und Abudun waren noch geblieben. Auch Andrej hätte nichts lieber getan, als nach oben zu gehen und sich in einem bequemen Lager auszustrecken. Seit einiger Zeit hatte er nur auf nacktem Boden geschlafen, allenfalls mit seinem Sattel als Kopfkissen, und die Vorstellung, sich in einem richtigen Bett ausstrecken zu können, selbst wenn es nur aus einem strohgefüllten Sack bestand, erschien ihm geradezu paradiesisch. Doch sie brauchten Informationen. Sie mussten wissen, wo genau sie sich befanden, wer in diesem Teil des Landes herrschte, welche größeren Städte es in der Umgebung gab und welche davon sie besser mieden. Tausend Fragen, von denen vielleicht jeder einzelne über Leben und Tod entscheiden konnte. Und sie brauchten Pferde. André wusste, dass sie diese Fragen nicht unvermittelt stellen konnten. Die Menschen in dieser einsamen Gegend waren begierig auf Neuigkeiten, aber sie hassten es, wenn jemand selbst zu viele neugierige Fragen stellte und allein die wehrhafte Palisadenwand, die den ganzen Ort umgab, machte deutlich, dass sie einen Grund hatten, Fremden gegenüber misstrauisch zu sein. abudun erwies sich jedoch als überraschend geschickt darin, ein Gespräch in Gang zu bringen. Am Anfang waren sie noch allein, zweifellos erfüllte schon der Anblick alles Fremden die Menschen mit Furcht, aber abudun lachte laut und viel, gab dem Wirt Anweisung, an jeden Tisch einen Krug Bier auf seine Kosten zu bringen, und schließlich siegte die Neugier. Nach einer Weile hatten sich fast ein Dutzend Männer an ihrem Tisch versammelt, die auf ihre Kosten tranken, den Geschichten lauschten, die Abudun zum Besten gab, und die zweifellos alle ausgedacht, aber sehr kurzweilig waren, und ihnen dabei nach und nach alle Informationen gaben, die sie brauchten. André hielt sich die meiste Zeit zurück, aber er kam nicht umhin, Abuduns Geschick im Umgang mit Worten mehr und mehr zu bewundern. Der Muselmann verstand es ausgezeichnet, das Misstrauen der Dörfler nicht nur zu zerstreuen, sondern auch eine Stimmung zu erzeugen, in der sie mehr von sich aus zu erzählen begann. Geraume Zeit nachdem Frederik sich zurückgezogen hatte, hätte man meinen können, eine Runde guter alter Freunde säße zusammen und lausche den Erzählungen eines der ihren, der von einer langen, abenteuerlichen Reise zurückgekehrt war. Es musste auf Mitternacht zugehen, als draußen auf der Straße Lärm aufkam. Andrei glaubte, einen Schrei zu hören, aufgeregte Rufe und Schritte. Er sah irritiert zur Tür, und auch einige der anderen blickten in die gleiche Richtung. Zwei Männer standen auf und verließen das Gasthaus, und auch Andrej wollte schon aufstehen, ließ sich aber dann sofort wieder zurücksinken, als er einen warnenden Blick aus Duns Augen auffing und ein kaum sichtbares, angedeutetes Kopfschütteln. Natürlich hatte der Muselman recht. Was immer dort draußen geschah, ging sie nichts an. Abudun hob seinen Becher und winkte dem Wirt damit zu, der eine neue Runde brachte. Und es gelang ihm tatsächlich, das für einen Moment in Stocken geratene Gespräch noch einmal in Gang zu bringen, wenn die Stimmung auch nicht mehr ganz so gelöst war wie zuvor. Die Männer, die bei ihnen am Tisch saßen, blickten immer wieder unruhig zur Tür, hin und her gerissen zwischen dem Verlangen, Abuduns faszinierenden Geschichten zu lauschen und der Neugier zu erfahren, was sich dort draußen abspielte. Zumindest war es kein überraschender Angriff der Türken, Dachte Andrei in dem vergeblichen Versuch, sich selbst zu beruhigen. Der Lärm war fast ganz verstummt. Weit entfernt glaubte er, eine Frau weinen zu hören, aber nicht einmal dessen war er sich ganz sicher. Die Tür flog auf, und einer der Zecher kam zurück, ein großer, ausgemergelter Mann mit schulterlangem schwarzen Haar, der gerade noch am Tisch gesessen und besonders ausgiebig und lang über Abuduns Anekdoten gelacht hatte. Jetzt war er leichenblaß. Seine Hände zitterten und in seinen Augen stand ein Flackern als wäre er dem Leibhaftigen selbst begegnet. Was ist passiert? fragte einer der Männer am Tisch. Miroslav, antwortete der dunkelhaarige, auch seine Stimme bebte. Sie haben Miroslavs Tochter gefunden. Er schloss die Tür hinter sich, kam mit unsicheren Schritten näher und griff nach dem erstbesten Becher auf dem Tisch, um ihn mit einem einzigen Zug zu leeren. Bier lief an seinem Kinn herab und tropfte auf sein Hemd, aber er schien es nicht einmal zu merken. Was ist mit ihr? Erzählt schon! Der Mann stellte den Becher zurück und sah sich auf eine Art um, als hätte er Mühe, die Gesichter der Anwesenden einzuordnen. Ganz besonders lang starrte er Abudun an, wie es Andrej vorkam. Tod! sagte er schließlich. Sie ist tot! Einen Atemzug lang war es vollkommen still, doch dann brach ein regelrechter Tumult los die männer schrien durcheinander und sprangen von ihren stühlen hoch einige rannten aus dem haus und alle redeten gleichzeitig bis der mann der den dunkelhaarigen schon vorhin angesprochen hatte mit einem scharfen ruf für ruhe sorgte erzähl sagte er während er dem dunkelhaarigen einen zweiten becher bier reichte den dieser zwar entgegennahm aber nicht trank da gibt es nicht viel zu erzählen sagte er nervös sie haben sie gerade gefunden vorne beim tor sie muß hinausgegangen sein ich ich weiß nicht warum. Er schüttelte sich. Ich habe sie gesehen. Es war grauenhaft. Jemand hat ihr die Augen ausgestochen und. Er sprach nicht weiter, aber der Ausdruck in seinen Augen machte deutlich, dass dies längst nicht das Einzige war, was man dem Kind angetan hatte, womöglich nicht einmal das Schlimmste. Er trank einen Schluck Bier. Grauenhaft, murmelte er. Sie wurde regelrecht geschlachtet. Andrei musste sich beherrschen, um nicht erschrocken zusammenzufahren. Er versuchte, einen Blick mit Abudun zu tauschen, aber der Pirat sah den Dunkelhaarigen an und schien voll und ganz auf das konzentriert zu sein, was er sagte. Sein Gesicht war ausdruckslos, seine Miene wie erstarrt. Andrei spürte den Blick eines anderen auf sich ruhen. Er ignorierte ihn einen Moment lang, drehte sich aber dann betont langsam zu dem Mann herum und sah ihm fest in die Augen. Der Ausdruck, den er daran erblickte, gefiel ihm nicht. Das ist schrecklich, nicht wahr? fragte er. Der Mann nickte. Ja, zumal so etwas noch nie vorgekommen ist. Jedenfalls bis heute nicht. Was willst du damit sagen? fragte André. Nur das, was ich sage, antwortete der andere. Wir leben hier in Frieden. Es gibt keine Mörder hier. Jedenfalls bis jetzt nicht. Bevor wir gekommen sind, meinst du? mischte sich aber Dun ein. André fragte sich, ob er den Verstand verloren hatte. Zum Beispiel. Sei kein Nahauskid, sagte der Dunkelhaarige. Sie waren die ganze Zeit hier. Außerdem kann es kein Mensch gewesen sein. Wieso nicht? Weil kein Mensch zu solch einer Grausamkeit fähig wäre, antwortete der Dunkelhaarige schaudernd. Sie wurde regelrecht in Stücke gerissen. Ihr Blut. Er rang einen Moment nach Worten, dann schüttelte er noch einmal entschieden den Kopf. Nein. Es muß ein Tier gewesen sein, auch wenn ich mir kein Tier vorstellen kann, das zu so etwas fähig wäre. Vielleicht war es ja auch ein Zauberer, sagte der Mann stur. Jetzt reicht es aber, mischte sich der Wirt ein. Er war um seine Theke herumgekommen und hatte sich zu ihnen gesellt. In der rechten Hand hielt er einen gefüllten Bierkrug, aber es sah nicht so aus, als wolle er daraus ausschenken, sondern eher, als überlege er, auf welchen Schädel er ihn schlagen sollte. Zauberei, was für ein Unsinn, es ist ein Kind zu Tod gekommen. Da geziemt es sich nicht, solch gotteslästerlichen Unsinn zu reden. Er hob den Krug. Das ist die letzte Runde, danach geht ihr nach Hause. Er hat recht, sagte der dunkelhaarige. Es ist spät. Wir sollten schlafen gehen. Wenn es hell ist, finden wir vielleicht Spuren und können die Bestie jagen, die das getan hat. Keiner der Männer verspürte noch Durst auf die letzte Runde, die der Wirt angeboten hatte. Sie gingen, und als letzter verließ auch Usket die Gaststätte, wenn auch nicht ohne Andrei und insbesondere Abudun einen langen, misstrauischen Blick zugeworfen zu haben. Der Wirt sah ihm kopfschüttelnd nach. Ich muß für Sie um Verzeihung bitten, die Herren, sagte er. Sie sind. Das ist schon gut, unterbrach ihn Andrei. So etwas ist furchtbar. Ich nehme es Ihnen nicht übel. Kanntest du das Kind? Hier kennt jeder jeden, sagte der Wirt. Also sind die einzigen Fremden auch ganz selbstverständlich sofort verdächtig, fügte Abodun hinzu. Nur gut, dass wir die ganze Zeit hier gesessen und getrunken haben, sonst ging es uns jetzt vielleicht an den Kragen. Ja, sagte der Wirt. Aber ihr wart ja hier. Abodun schien der Ton, in dem er dies sagte, nicht zu gefallen, denn er fragte, Du glaubst doch nicht diesen Unsinn, dass wir Zauberer oder gar Hexenmeister sind? Der Wirt zögerte eine Winzigkeit zu lange, bevor er antwortete. Ich weiß nicht, was ich glauben soll sagte er. Vielleicht gibt es Zauberei, vielleicht nicht. Ich weiß nur, dass Ihr hier wart und es genug Zeugen dafür gibt. Er machte einen Schritt, um zur Theke zurückzugehen, und blieb dann wieder stehen. Aber wenn ich Euch einen Rat geben darf. Nur zu, sagte Andrei aufmunternd. Ihr habt die Leute hier erlebt, sagte der Wirt. Die Worte bereiteten ihm sichtliches Unbehagen. Sie sind sehr erschrocken und zornig, und es sind einfache Leute. Sie werden einen Schuldigen suchen. Du meinst, es wäre besser, wenn wir gleich morgen verschwinden, sagte Andrei. Ihr habt nach Pferden gefragt, sagte der Wirt, statt direkt zu antworten. Ich habe drei Tiere, die ich euch überlassen kann. Sie sind alt und nicht besonders gut zum Reiten geeignet, aber sie können euch nach Tandarei bringen, einen Tagesritt von hier entfernt. Ich gebe euch den Namen meines Bruders. Er hat einen Stall dort. Bei ihm könnt ihr gute Pferde kaufen. Er wird euch einen fairen Preis machen, wenn er hört, dass ich euch schicke. »Du vertraust uns einfach so drei Pferde an?«, fragte Dun. »Das ist ziemlich leichtsinnig.« »Es sind alte Klepper«, antwortete der Wirt. »Ihr könnt froh sein, wenn sie bis Tanderei durchhalten. Zahlt mir dasselbe, was mir der Schlachter geben würde. Mein Bruder wird euch den Betrag anrechnen.« »Das ist ein faires Angebot, meine ich.« Dun stand auf. »Es sei denn, bei euch werden alte Klepper in Gold aufgewogen.« Der Wirt blieb ernst. »Gute Nacht, ihr Herren«, sagte er. André wartete, bis er verschwunden war, dann trank er noch einen letzten Schluck Bier und stand ebenfalls auf. Er kann uns gar nicht schnell genug loswerden, wie? Ich glaube, er meint es ernst, antwortete Abodun. Denkst du an dasselbe wie ich? Das weiß ich nicht, log André. Woran denkst du denn? An den Hasen. Das mag Zufall sein, sagte André. Vielleicht wirklich ein Raubtier, das ein Unwesen hier treibt. Er hob die Schultern. Wer weiß? Vielleicht tragen wir wirklich einen Teil der Schuld, weißt du? Vielleicht haben wir das Raubtier ohne Absicht hierher geführt. Vielleicht ist es ja bei uns, sagte Abudun. Was willst du damit sagen? fragte Andrei scharf. Nichts, antwortete Abudun. Es war nur so eine Idee. Eine dumme Idee, verzeih. Er machte eine Kopfbewegung zur Treppe. Geh nach oben und leg dich schlafen. Und du? Ich schlafe bei den Pferden. Auf diese Weise kann ich sie mir auch gleich ansehen und mich überzeugen, ob die Klepper in der Lage sind, uns bis nach Tanderei zu bringen. Er verließ ohne ein weiteres Wort den Raum. Andrei ging nach oben und betrat das Zimmer, das er für Frederik und sich und eigentlich auch Abu gemietet hatte. Es war dunkel. Das einzige schmale Fenster war geschlossen, aber es war überraschend kalt. Andrei schloss die Tür hinter sich, so leise er konnte, und blieb stehen, damit sich seine Augen an die herrschende Dunkelheit gewöhnen konnten. Das Zimmer war groß, aber bis auf die drei schmalen Betten und eine grob gezimmerte Truhe vollkommen leer. Frederik lag komplett angezogen auf dem mittleren dieser drei Betten und schlief. Aber schlief er wirklich? Andrej sah noch einmal zum Fenster und trat dann lautlos an Frederiks Bett heran. Der Junge hatte sich auf die Seite gerollt, seine Augen waren fest geschlossen und seine Atemzüge waren flach und gleichmäßig. Andrei streckte die Hand nach ihm aus, zog sie dann aber wieder zurück, ohne ihn zu berühren. Frederik schlief zweifellos. Sie brachen am nächsten Tag im Morgengrauen auf. Der Abschied war kurz und kühl. Der Wirt machte jetzt keinen Hehl mehr daraus, daß sie die drei Fremden lieber gehen als kommen sah, und mehrere Dorfbewohner hatten sich bereits am Tor versammelt, vermutlich, um nach Spuren zu suchen, wie es der dunkelhaarige am vergangenen Abend vorgeschlagen hatte. Andrej behielt Frederik unauffällig im Auge, während sie an dem halben Dutzend Männer vorüberritten. Der junge wirkte müde und er betrachtete die kleine Versammlung mit einer Mischung aus kindlicher Neugier und Verwirrung. André hatte ihm nicht erzählt, was passiert war. Die Pferde waren tatsächlich nicht viel mehr als heruntergekommene Mähren, die reif für den Abdecker waren. Sie kamen nicht wesentlich schneller voran, als wären sie zu Fuß unterwegs, aber doch um einiges bequemer. Spät am Nachmittag erreichten sie Tandarei und fragten sich zum Besitzer des Stalles durch, dessen Namen ihnen der Wirt gegeben hatte. Sie bekamen neue Pferde. Und als der Mann erfuhr, wer sie geschickt hatte, wies er ihnen auch den Weg zu einem einfachen Gasthaus, in dem Fremde willkommen waren und wo keine neugierigen Fragen gestellt wurden. Am nächsten Morgen ritten sie weiter. Abodun hatte sich noch einmal genau nach dem Weg erkundigt und in Erfahrung gebracht, dass sie von Tandarei aus am besten nach Buzau, dann ein Stück nach Westen bis Kimpina und schließlich nach Kronstadt ritten, um nach Siebenbürgen und damit zu den Drachenkriegern zu gelangen. Ein Weg, der auch mit guten Pferden mindestens eine Woche in Anspruch nehmen würde. Aber er war sicherer als der direkte, denn auf diese Weise umgingen sie den größten Teil der Gebiete, in denen sie auf Sultan Seliks Truppen stoßen konnten. Sechs Tage lang bewegten sie sich auf dem vorgegebenen Weg, wobei sie versuchten, Städte und Menschenansammlungen nach Möglichkeit zu meiden. Sie übernachteten in einfachen Gasthäusern auf dem Lande oder auf Gehöften, sofern sie einen Bauern fanden, der bereit war, sie in seiner Scheune oder auf dem Heuboden nächtigen zu lassen. Als Abodun nach einer Weile auffiel, dass Andrei Frederik praktisch keine Sekunde aus den Augen ließ, machte er nicht eine Bemerkung in diese Richtung, aber sein Schweigen war sehr beredt. Ohnehin wurde Abodun immer mehr zu einem Problem, je weiter sie nach Westen kamen. Die Menschen fürchteten sich vor Muselmanen, viele wohl zurecht, wie Andrei annahm, und fast alle begegneten ihnen mit Misstrauen, einige mit Hass. Es fiel André immer schwerer, eine glaubhafte Erklärung für die Anwesenheit des schwarzen Riesen zu finden. Ein paarmal war es wohl nur Abouduns Schwert, dessen Anblick die Menschen davon abhielt, ihren wahren Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Und trotzdem war es Abodun, der ihnen am Abend des sechsten Tages vermutlich das Leben rettete. Sie waren früh aus der Nähe von Kronstadt Richtung Schäßburg aufgebrochen, und Andre rechnete damit noch vor Sonnenuntergang Rettenbach zu erreichen. Ihre letzte Zwischenstation auf dem Weg nach Petershausen, wo es, nach Abuduns Überzeugung, in der Nähe des Flusses Artschesch und des Poinari-Felsens einen Stützpunkt des Ordo Draconis geben sollte. Der Ritter des Drachenordens. Sie waren wenigen Menschen begegnet, aber dafür hatten sich die Gerüchte gemehrt, dass sich türkische Truppen in der Umgebung herumtreiben sollten. Sultan Seligs Heer war noch mehrere Tagesreisen entfernt und André glaubte nicht, dass es überhaupt bis zu ihnen vordringen würde. Er interessierte sich nicht sonderlich für den Verlauf des Krieges. Es ging dabei um Dinge, die er nicht verstand und die ihn nichts angingen. Er war zu unbedeutend, um die Aufmerksamkeit der Mächtigen auf sich zu ziehen, und letztlich konnte es ihm egal sein, welches Herrenfahne über dem Land flatterte. Die einfachen Leute, mit deren Blut und Tränen dieser Krieg letzten Endes geführt wurde, würden unter osmanischer Herrschaft kaum schlechter leben als unter dem Banner der Walachenfürsten, die dafür bekannt waren, ein blutiges Regime zu führen. Trotzdem hatte er mitbekommen, dass die Sache nicht gut für die Walachen stand, die drohten zwischen den Ungarn und den Türken wie zwischen zwei mächtigen Mahlsteinen zerrieben zu werden. Die heranstürmenden Osmanen schienen nicht aufzuhalten zu sein, auch wenn sie nicht jede Schlacht gewannen. André bezweifelte dennoch, dass sie hier auf sie stoßen würden. Die Stoßrichtung der Angreifer lag viel weiter westlich. Ihre Ziele waren Budapest und Wien und danach der Rest Europas, nicht Petershausen. Dennoch bestand die Gefahr, dass sie auf einen versprengten Teil des türkischen Heers trafen oder vielleicht auch nur auf eine Patrouille, die Selig ausgeschickt hatte. Wäre das Land hier so eben gewesen wie weiter im Osten, wo ihre gemeinsame Reise begonnen hatte, so hätten sie eine gute Chance gehabt, eine Falle rechtzeitig zu erkennen und ihr auszuweichen, so aber bemerkten sie die Gefahr erst, als es zu spät war. Sie hatten einen der steilen Hügel überquert, die für diesen Teil des Landes typisch waren, und ritten nebeneinander aus dem Wald heraus, da stießen sie auf ein Dutzend Reiter. Die Männer hatten abgesessen und waren offensichtlich damit beschäftigt, ein provisorisches Nachtlager aufzuschlagen. Einige hatten ihre Speere gegen die Bäume gelehnt und die Schilde und Harnische abgeschnallt, und die meisten Pferde waren mit den Fesseln aneinander gebunden, damit sie nicht wegliefen. Andrei überschlug blitzschnell ihre Chancen, auf der Stelle herumzufahren und davon zu galoppieren. Sie standen vielleicht gar nicht schlecht. Die Männer waren mindestens ebenso überrascht wie sie, keiner von ihnen saß im Sattel und sie würden etliche Zeit brauchen, um die Verfolgung aufzunehmen. Aber Abudun hob so rasch die Hand, dass er nicht einmal dazu kam, den Gedanken ganz zu Ende zu denken, und zischte, »Rührt euch nicht und zeigt um Allahs Willen keine Angst. Ich regle das.« »Bist du verrückt?« keuchte Frederik. »Wir müssen weg!« »Still!« schnappte Abudun. »Keine Laut mehr, oder wir sind alle tot.« Frederik schien in Ernst der Situation zu begreifen, denn er schwieg tatsächlich. Abodun warf ihm einen letzten warnenden Blick zu und drehte sich dann wieder im Sattel nach vorne. Fast bedächtig hob er die Hand und sagte etwas in seiner Muttersprache, bekam aber keine Antwort. Die fremden Krieger hatten sich mittlerweile nicht nur von ihrer Überraschung erholt, sondern waren von einer Sekunde auf die andere kampfbereit. Mit gezückten Krummsäbeln kreisten sie Andrei und seine beiden Begleiter ein. Andrei hatte noch niemals zuvor einen der Krieger gesehen, die sich im Moment wie eine unaufhaltsame Flut vom Südwesten nach Europa ergossen, aber das musste er auch nicht, um zu wissen, dass er türkische Krieger vor sich hatte. Die meisten von ihnen waren nicht sehr groß, sie hatten dunkle, scharf geschnittene Gesichter mit schwarzen Haaren und noch schwärzeren Augen. Bewaffnet waren sie mit krummsäbeln, Lanzen und glänzenden runden Schilden. Manche trugen spitze Helme, die mit roten Tüchern verziert waren. Andrei sah nirgendwo das Symbol des gefürchteten Halbmondes. Seine Hand wollte zur Waffe greifen, aber er konnte den Impuls im letzten Moment unterdrücken. Es wäre wahrscheinlich der letzte seines Lebens gewesen. Abodun wiederholte seine Worte und begleitete sie mit einem rohen Lachen, und diesmal bekam er wenigstens eine Antwort. Andrei verstand die Worte nicht, aber die Tonart war alles andere als freundlich. Abodun lachte trotzdem noch einmal, deutete erst auf Andrei und dann auf Frederik, und schwang sich dann aus dem Sattel. Steigt ab, sagte er. Benehmt euch ganz normal. Es ist alles in Ordnung. Das bezweifelte Andrej. Die türkischen Krieger betrachteten sie alles andere als freundlich. Viele hatten ihre Waffen gesenkt, aber längst nicht alle und Andrej war noch nicht ganz aus dem Sattel gestiegen. Da trat einer der Krieger hinter ihn und zog das Schwert aus dem Gürtel. Was bedeutet das? fragte Frederik. Sei still! Aber Dun warf ihm einen zornigen Blick zu. Und hob die Hand, als wolle er ihn schlagen, ließ die Hand aber dann im letzten Moment wieder sinken. Dann wandte er sich wieder an die muslimischen Krieger und lachte roh. Er hat recht, stieß André gepresst hervor. Sei still, Frederik, ich bitte dich, er wird es schon regeln. Regeln? Frederiks Stimme wurde schrill. Bist du blind? Er hat uns in die Falle gelockt, sie werden uns die Kehlen durchschneiden. André kam nicht dazu zu antworten, denn Frederik und er wurden ein paar Schritte weggeführt und grob zu Boden gestoßen. André rechnete damit, dass sie gefesselt würden, aber die Türken verzichteten darauf. Zwei von ihnen bedrohten sie jedoch mit ihren Speeren, und auch etliche andere blieben mit den Waffen in der Hand in der Nähe. »Ich habe ihm vom Anfang an nicht getraut«, fochte Frederik. »Du wirst sehen, was du von deiner Gutgläubigkeit hast.« André sagte gar nichts dazu, und er hätte sich gewünscht, dass auch Frederik den Mund hielt. Dass Abudun türkisch oder irgendeine andere morgenländische Sprache mit den schwarzäugigen Kriegern sprach, bedeutete nicht, dass die Männer ihre Sprache nicht beherrschten. Während Abudun weiter mit dem Mann debattierte, den auch André mittlerweile für den Anführer der Patrouille hielt, nutzte André die Gelegenheit, die fremdländischen Krieger unauffällig etwas genauer in Augenschein zu nehmen. Er musste seine etwas vorschnell gefasste Meinung über die Männer revidieren – es waren fast zwei Dutzend, und sie waren in nicht annähernd so schlechtem Zustand, wie er zuerst geglaubt hatte. Sie waren nicht ausgemergelt, sondern einfach von kleinerem und schlankerem Wuchs, wirkten dabei aber erschreckend zäh. Ihre Kleider waren zerschlissen und an zahlreichen Stellen geflickt, doch ihre Waffen befanden sich in tadellosem Zustand. Einige von ihnen trugen frische Verbände. André nahm an, dass sie erst vor kurzer Zeit in einen Kampf verwickelt gewesen waren. Eine kleine Ewigkeit schien zu vergehen, bis Abudun zu ihnen zurückkehrte. Er grinste, aber Andrea hatte längst begriffen, dass das bei dem Sklavenhändler ebenso gut alles wie auch nichts bedeuten konnte. Nun? fragte er. Es ist alles in Ordnung, sagte Abudun. Macht euch keine Sorgen. Um uns? Oder um dich? Es ist alles in Ordnung, sagte Abudun noch einmal. Er glaubt mir. Die Hauptsache ist, dass ihr mitspielt. Wir bleiben bei dem, was wir besprochen haben. Ihr seid meine Sklaven. Wir sind auf dem Weg zu Seliks Heer, weil ich mich als Kundschafter und Dolmetscher anschließen will. Und das haben Sie dir geglaubt? Frederick machte ein abfälliges Geräusch. Komisch, dass ich dir nicht glaube. Abudun ignorierte ihn. Aber wir haben ein Problem, fuhr er fort. Die Männer sind auf dem Weg zum Heer des Sultans. Es lagert keine zwei Tagesmärsche von hier. Und Sie haben vorgeschlagen, dass wir Sie begleiten, vermutete André vorgeschlagen? <laughs> Abudun wackelte mit dem Kopf. Nun ja, so kann man es auch nennen. So viel dazu, dass sie dir trauen, sagte Andre. Das spielt jetzt keine Rolle, sagte Abudun. Im Moment jedenfalls sind sie nicht unsere Feinde. Alles andere wird sich zeigen. Wir müssen fliehen, zischte Frederik. Wir müssen vor allem die Nerven behalten, sagte Abudun. Und vorsichtig sein. Ich bin nicht sicher, ob nicht doch einer von ihnen eure Sprache versteht. »Aber er hat recht«, sagte Andrei. »Wir dürfen auf keinen Fall, das weiß ich selbst«, unterbrach ihn Abodun. »Wir werden Selig's Heer frühestens in zwei Tagen erreichen. Das ist eine lange Zeit. Also tut nichts Unbedachtes. Sie glauben mir aber das heißt nicht, dass Sie mir vorbehaltlos vertrauen. Wir müssen auf eine günstige Gelegenheit warten.« »Und warum sollten wir dir trauen?«, fragte Frederik böse. Abodun sah ihn fast traurig an und wandte sich dann mit einem Blick an Andrei, der deutlich machte, dass er eine ganz bestimmte Reaktion von ihm erwartete. Aber Andrei schwieg. So elend er sich selbst bei diesem Gedanken fühlte, Frederik hatte recht. In den Tagen, die sie zusammen unterwegs gewesen waren, hatte er fast vergessen, wer Abudun wirklich war, nämlich ein Pirat und Sklavenhändler und vor allem ein Musulman. Bei selixier war er so gut wie bei seinen Leuten, zumindest aber in Sicherheit. Ich verstehe, sagte Abudun nach einer Weile. Er klang ein wenig verletzt. Dann erschien wieder das gewohnte breite Grinsen auf seinem Gesicht, bei dem seine Zähne fast unnatürlich weiß blitzten. Nun, eigentlich kann ich dich verstehen. Ich an deiner Stelle würde wohl nicht anders reagieren. Kann ich mich darauf verlassen, dass wir bei dem bleiben, was wir besprochen haben? Du bist mein Diener und Leibwächter. Ich musste mir etwas einfallen lassen, um zu erklären, warum du ein Schwert trägst. Welche Wahl hatte er schon? André nickte. Und ich? fragte Frederik. Aber sah ihn nachdenklich an. Ah. Oh. »Mein Lustknabe?« schlug er schließlich vor. Frederiks Gesicht verdüsterte sich vor Zorn und André sagte rasch, »Er ist mein Sohn. Wir bleiben bei der Geschichte. Wir haben einige Übung darin.« »Wenn er dein Sohn ist, möchte ich seine Mutter nicht kennenlernen«, seufzte Abudun. »Aber gut. Bitte bewahrt einen kühlen Kopf. Wir haben viel Zeit.« Er gab den Männern, die André und Frederik bewachten, einen Wink. André entging zwar nicht, dass sie einen fragenden Blick zu ihrem Anführer hinwarfen, und auf sein zustimmendes Kopfnicken warteten, aber schließlich senkten sie ihre Waffen und nach einem weiteren Augenblick wagte es André auch langsam aufzustehen. Niemand versuchte ihn daran zu hindern, aber die beiden Krieger, die ihn bisher bewacht hatten, folgten ihm in zwei Schritten Abstand, als er Abodun begleitete. Der Mann, mit dem Abodun gesprochen hatte, sah ihm aufmerksam und noch immer ein wenig misstrauisch entgegen. Obwohl sein Gesicht einen undurchdringlichen Ausdruck hatte, wirkte es doch zugleich auch offen. Er sah Andrej gerade lange genug durchdringend an, um seinen Blick unbehaglich werden zu lassen. Dann wandte er sich mit einer Frage an Abodun und machte eine komplizierte Handbewegung. Abodun antwortete und wandte sich dann an Andrej. Er sagt, du siehst nicht aus, als wärst du mein Leibwächter, sagte Abodun. Andrej verzog nur flüchtig die Lippen. Er konnte den Mann verstehen. Abodun war ein gutes Stück größer als er und sein schwarzes Gesicht ließ ihn noch bedrohlicher erscheinen. Wenn man sie nebeneinander sah, konnte man höchstens annehmen, dass Abudun sein Leibwächter war. »Ja und?«, fragte er schließlich. »Er will, dass du es beweist,« sagte Abudun. »Beweisen? Wie soll es gehen?« Die Aufforderung beunruhigte André mehr als nur ein bisschen. Bevor Abudun antworten konnte, reichte ihm der türkische Kommandant sein Schwert, zog mit der anderen seine eigene Waffe und machte eine auffordernde Kopfbewegung. »Was soll das?«, fragte André. »Er will...« »Dass du mit ihm kämpfst«, sagte Abudun. »Du musst ihm beweisen, dass du wirklich mein Leibwächter bist.« »Ich kämpfe nicht zum Spaß«, antwortete Andrei. »Das habe ich noch nie getan.« »Dann wird es Zeit, dass du damit anfängst«, sagte Abudun. »Denn wenn du es nicht tust, wirst du ernsthaft kämpfen müssen. Möglicherweise gegen alle.« Andrei schwieg. Abudun hatte natürlich recht. Es wäre närrisch zu glauben, dass ein Mann wie der Kommandant der türkischen Patrouille jedem Fremden, den er zufällig traf, sofort vertraute... Mitten im Feinesland und noch dazu in Begleitung zweier Feinde. Aber er konnte es sich im Grunde gar nicht leisten, mit diesem Mann zu kämpfen. Andrei zweifelte nicht daran, dass er ihn besiegen würde, er war bisher nur auf sehr wenige Männer getroffen, die ihm im Kampf mit dem Schwert ebenbürtig oder gar überlegen gewesen wären. Das Problem war ein ganz anderes. Weder durfte er den Mann schwer verletzen, noch das Risiko eingehen, selbst verwundet zu werden. Er durfte nicht einmal einen Kratzer abbekommen wenn die Menschen in dem Dorf, in dem sie vor einer Woche gewesen waren, schon nicht an Zauberei glaubten, diese heidnischen Krieger taten es bestimmt. Wenn sie sahen, dass sich seine Verletzungen in Sekundenschnelle wieder schlossen, dann würden sie alle zu ihren Waffen greifen und ausprobieren, wie weit seine Unverwundbarkeit wirklich reichte. Also gut, sagte er schweren Herzens. Er trat einen Schritt zurück und hob sein Schwert. Aber ich will ihn nicht verletzen. Der Kampf endet, sobald einer von uns entwaffnet ist. Abudun verstand, was er meinte. Er übersetzte Andres Worte, und der Türke erklärte sich mit einem Nicken einverstanden. Auch er hob sein Krummschwert und machte gleichzeitig eine befehlende Geste mit der freien Hand, woraufhin seine Krieger einen vielleicht fünf Meter durchmessenden Kreis rings um sie herum bildeten. Dann griff er ohne weitere Verzögerung an. Andrej spürte sofort, dass er es mit einem ernstzunehmenden Gegner zu tun hatte. Der Mann war gut. Nicht so gut wie er, aber gut. Und vor allem er war entschlossen, vor seinen Männern nicht das Gesicht zu verlieren. André parierte seine ersten Angriffe mit vorgetäuschter Mühe, um sich ein Bild von der Kraft und Schnelligkeit seines Gegners zu machen. Dann löste er sich von ihm, griff an und legte alle Kraft in einen einzigen Hieb. Der Türke war stärker, als er geglaubt hatte. Es gelang André nicht, ihm das Schwert aus der Hand zu schlagen, aber er wusste, wie schmerzhaft ein solcher Schlag war. Der Mann taumelte mit schmerzverzerrtem Gesicht zurück, und Andrej setzte ihm blitzartig nach, trat ihm wuchtig vor das linke Knie und brachte ihn damit endgültig aus dem Gleichgewicht. Der türkische Krieger stürzte, und Andrej war mit einem einzigen Schritt über ihm. Sein Schwert senkte sich auf die Hand, die das Schwert hielt, verletzte sie aber nicht. Der Krieger erstarrte. Seine Augen weiteten sich in einer Mischung aus Unglauben und Entsetzen. Er sollte die Waffe loslassen, sagte Andrej, bevor ich sie ihm aus der Hand nehme. »Sag ihm das!« Abudun übersetzte getreulich, wenigstens hoffte André das, und der Türke zögerte noch einen Herzschlag lang und ließ dann zu Andrés unendlicher Erleichterung das Schwert los. André trat rasch einen Schritt zurück, schob sein Schwert in den Gürtel und streckte dann die Hand aus, um dem gefallenen Krieger auf die Füße zu helfen. Der Türke blickte seine ausgestreckte Rechte einen Moment lang an, als wüsste er nichts damit anzufangen, aber dann griff er danach und ließ sich von ihm aufhelfen. Seine Mundwinkel zuckten, als er das verletzte Bein belastete, aber der Ausdruck in seinen Augen hatte sich vollkommen gewandelt. Er sagte etwas zu Andrej und lachte, und aus dem Wald hinter ihnen zischte ein Armbrustbolzen heran und traf ihn mitten in die Stirn. Dann brach die Hölle los. Noch während Andrej blitzschnell herumfuhr und das Schwert wieder aus dem Gürtel riß, zischten weitere Bolzen und Pfeile heran. Gleichzeitig stürmte eine Anzahl dunkel gekleideter Gestalten aus dem Unterholz, die die vollkommen überraschten Türken mit Speeren, Schwertern und Äxten angriffen. Fast die Hälfte der muslimanischen Krieger fiel unter dem ersten Angriff, bevor es dem Rest gelang, seine Waffen zu ergreifen und eine Verteidigung zu organisieren. Andrei stand volle zwei Sekunden lang reglos mit dem Schwert in der Hand da, ohne dass irgendjemand auch nur Notiz von ihm zu nehmen schien. Dann aber attackierten ihn gleich zwei der feindlichen Krieger. André wehrte den Angriff des ersten mit einer reflexartigen Bewegung ab, die den Mann zurücktaumeln ließ, ohne ihn zu verletzen. Dem zweiten versetzte er eine tiefe Stichwunde in den Unterarm, die ihn seine Waffe fallen lassen ließ. Dann war plötzlich alles voller kämpfender Männer, Schreie, blitzender Waffen und es blieb ihm keine Zeit mehr, auch nur einen klaren Gedanken zu fassen. Er wehrte ab, parierte, wich aus, konterte und griff seinerseits an alles in einer einzigen, rasend schnellen Bewegung und ohne genau zu wissen, gegen wen er kämpfte oder warum eigentlich. Abudun war dicht neben ihm und er kämpfte mindestens so hart wie er, wenn nicht härter, denn er wurde nicht nur von den überraschend aufgetauchten Gegnern attackiert, sondern auch von den Türken, die ihn offensichtlich für einen Verräter hielten. Es stand nicht gut um ihn. Er schlug sich wacker, aber er hatte es gleich mit drei Gegnern zu tun, eine Übermacht, gegen die er auf Dauer nicht bestehen würde. Er blutete bereits aus einer tiefen Schnittwunde im Oberarm. Andrej hackte und schlug sich rücksichtslos zu ihm durch und erreichte ihn im buchstäblich allerletzten Moment. Irgendwie war es Abudun gelungen, zwei seiner Gegner mit einem einzigen Hieb des gewaltigen Krummschwertes zurückzutreiben, aber er konnte sich dabei gegen den dritten nicht mehr verteidigen. Der nutzte diese Schwäche, um einen tödlichen Stich nach Abuduns Herzen zu führen. Andrej schmetterte die Klinge so knapp beiseite, dass sie in der Abwärtsbewegung Abuduns Gewand zerfetzte. Dann schleuderte er den Mann mit einem Tritt zurück und stellte sich hinter den Piraten. Sie kämpften Rücken an Rücken, aber es war aussichtslos. Andrej begriff mit entsetzlicher Klarheit, dass sie verlieren würden. Ganz gleich, welche Seite sie siegte, Abu und er gehörten zu ihren Feinden. Er war noch nicht einmal sicher, wer den Sieg davontragen würde. Die Angreifer waren zahlenmäßig hoffnungslos überlegen. Der überraschende Angriff hatte den Türken schreckliche Verluste zugefügt, aber im Gegensatz zu den zerlumpten und schlecht ausgebildeten Bauern und Milizionären waren sie geübte Krieger, die ihr Handwerk verstanden und es leicht mit jeweils zwei oder auch drei Gegnern aufnahmen. Wer immer diesen Überfall geplant hatte, war dabei nicht sehr geschickt vorgegangen. Dann geschah etwas, das alles änderte. André sah, wie einer der türkischen Krieger mit zerschmettertem Schädel zurücktaumelte und zusammenbrach. Hinter ihm, trat eine riesenhafte Gestalt in einer blutfarbenen Rüstung aus dem Wald, die über und über mit Stacheln und eisernen Dornen gespickt war. In der rechten hielt sie einen Morgenstern mit drei Kugeln, vielleicht nicht die wirkungsvollste, aber mit Sicherheit die furchteinflößendste Waffe, die André kannte. Er starrte das Visier der blutroten Rüstung an. Es war der Drachenritter. Der Mann, der Aboduns Schiff versenkt und seine gesamte Familie ausgelöscht hatte. Du schnappte Andrej und dann schrie er noch einmal und mit kreischender fast überkippender stimme Du nichts anderes mehr zählte die schlacht und die krieger ringsum wurden bedeutungslos es gab nur noch den Drachenritter den Mörder seiner Familie den er sterben sehen wollte Du brüllte Andrej noch einmal Du gehörst mir stell dich Der Kopf des Drachenritters ruckte mit einer schlangengleichen Bewegung herum ein türkischer Krieger attackierte ihn der Ritter schlug ihn mit seinem dornenbesetzten Handschuh zu Boden, hob seinen schrecklichen Morgenstern und machte eine spöttische, winkende Bewegung, mit der er die Herausforderung annahm. André stürmte los. Niemand versuchte ihn aufzuhalten. Vielleicht hatten die Männer trotz des tobenden Kampfes bemerkt, was zwischen ihm und dem Drachenritter vorging, aber vielleicht war da auch etwas in seinem Gesicht und seinen Augen, was die Männer erschreckte. Der Drachenritter hob seinen Morgenstern höher und Andrej führte einen zornigen Hieb gegen seinen Arm aus, um ihn zu entwaffnen. Er hatte seinen Gegner unterschätzt. Der Drachenritter ignorierte seinen Angriff und verließ sich zu Recht darauf, dass seine Rüstung dem Schwerthieb standhalten würde. Gleichzeitig schlug er mit seinem stachelbewehrten linken Handschuh zu. Trotzdem musste Andrés Schwerthieb den Arm des Drachenritters gelähmt haben, denn er ließ den Morgenstern fallen und taumelte zurück. Aber auch sein Hieb traf und die Wirkung war verheerend. Andrej sank in die Knie, ein grausamer Schmerz explodierte in seinem Leib, als die zehn Zentimeter langen Dorn in sein Fleisch bissen, und er spürte, wie schlagartig alle Kraft aus seinem Körper wich. Er ließ das Schwert fallen, kippte nach vorne und erbrach würgend Blut und Schleim. Aus den Augenwinkeln sah er, wie der Drachenritter mit einem raschen Schritt sein Gleichgewicht fand und sich nach seiner Waffe bückte. Dann sah er etwas anderes, was ihn selbst den Drachenritter für den Moment vergessen ließ. Auch Frederik hatte sich mit einem Schwert bewaffnet, das er wohl einem toten Krieger abgenommen hatte. Er stürmte heran, tauchte unter einem Speer hindurch, mit dem ein türkischer Krieger nach ihm stocherte, und versetzte dem Mann aus der gleichen Bewegung heraus einen tiefen Stich in die Wade. Der Mann brüllte vor Schmerz und Wut, fuhr herum und schlug Frederik den Speer quer über den Rücken. Frederik stürzte mit weit nach vorne gestreckten Armen zu Boden und ließ das Schwert fallen. Der Türke führte seine Bewegung zu Ende, drehte den Speer herum, und stieß ihm die Spitze zwischen die Schulterblätter. Andrei schrie auf, als hätte ihn selbst die tödliche Speerspitze getroffen, sprang in die Höhe und warf sich auf den Krieger. Mit einem einzigen Hieb schleuderte er ihn zu Boden, riss den Speer aus Frederiks Rücken und tötete den Mann mit seiner eigenen Waffe. Dann ließ er sich neben Frederik auf die Knie fallen und drehte ihn herum. Frederik war bei Bewusstsein, hatte aber große Schmerzen. Er weinte. Die Wunde in seiner Brust hatte sich noch nicht ganz geschlossen hörte aber bereits auf zu bluten. Der Stich hatte sein Herz verfehlt. Die Wunde war nicht tödlich. "Entspanne dich", sagte er. "Du darfst nicht dagegen ankämpfen. Lass deinen Körper die Arbeit tun." Er wusste nicht, ob Frederik ihn überhaupt hörte und ihm blieb auch keine Zeit, sich weiter um ihn zu kümmern. Doch auch wenn der Drachenritter die Gelegenheit nicht nutzte, um zu Ende zu bringen, was er angefangen hatte, war der Kampf noch nicht vorüber und er wurde sofort wieder attackiert. Ein weiterer türkischer Krieger drang auf ihn ein. André war im Moment waffenlos. Er ließ sich zur Seite fallen, hörte ein Schwert über sich hinweg zischen und schlug instinktiv die Arme vors Gesicht, als der Krieger mit seinem Schild nach ihm stieß. Die Abwehrbewegung kam zu spät. André wurde hart getroffen und fiel nach hinten, griff aber auch im gleichen Moment zu und packte mit beiden Händen den Schild. Mit einem kräftigen Ruck brachte er den Mann aus dem Gleichgewicht, schleuderte ihn über sich hinweg und nutzte den Schwung seiner eigenen Bewegung, um mit einer Rolle wieder auf die Füße zu kommen. Noch bevor der Krieger vollends zu Boden gestürzt war, war Andrej über ihm, entriss ihm seine Waffe und stieß ihm die Klinge ins Herz. Ein harter Schlag traf seinen Rücken. Er stolperte nach vorne, fand mit einem raschen Ausfallschritt seine Balance wieder und wirbelte herum. Ein weiterer Krieger hatte ihn angegriffen. Blut lief über seinen Rücken, aber die Wunde war nicht tief. Andrej griff den Mann sofort und mit kompromissloser Wucht an. Der völlig verblüffte Krieger parierte seinen Hieb zwar, wurde aber zurückgetrieben, stolperte über irgendetwas und stürzte mit hilflos rudernden Armen nach hinten. Als er zu Boden fiel, stürzte sich Frederik auf ihn. Es ging zu schnell, als das Andreas verhindern konnte, er hätte ohnehin nichts mehr tun können, um Frederik zurückzuhalten. Der Junge warf sich auf den gestürzten Krieger, presste ihn durch die schiere Wucht seines Angriffs zu Boden und grub die Zähne in seine Kehle. Der Türke brüllte vor Schmerz und bäumte sich auf, aber es war aussichtslos. Frederiks Zähne zerfetzten seinen Kehlkopf und seine Halsschlagader in Sekundenschnelle. Aus seinem Schrei wurde ein schreckliches, nasses Gurgeln, und seine Arme und Beine begannen unkontrolliert zu zucken. Aber Frederik hörte nicht auf. Sein Gesicht wühlte sich weiter in die Kehle des sterbenden Mannes, und seine zu Krallen gewordenen Finger tasteten nach seinen Augen. Er begann das Blut des Mannes zu trinken. Endlich löste sich Andrej aus seiner Erstarrung. Er ließ das erbeutete Schwert fallen, stürzte vor und riss Frederik von seinem Opfer fort. Der Junge wehrte sich wie von Sinnen, schrie und schlug nach ihm. Er bot einen furchtbaren Anblick. Sein Mund war blutverschmiert, die Zähne rot vom Lebenssaft seines Opfers, den er getrunken hatte. In seinen Augen loderte etwas, das schlimmer war als Wahnsinn. Andrej schüttelte ihn so fest er konnte. Frederik, schrie er, hör auf, um Gottes willen, hör auf. Frederik hörte nicht auf, sondern wehrte sich nur mit umso größerer Kraft, so dass es Andrei kaum noch möglich war, ihn zu halten. Schließlich sah er keine andere Wahl mehr, er holte aus und versetzte Frederik einen Fausthieb ins Gesicht, der dem Jungen auf der Stelle das Bewusstsein raubte. Frederik erschlaffte in seinen Armen, Andrei ließ ihn sanft zu Boden sinken und richtete sich auf. Die Schlacht war nahezu vorbei, hier und da wurde noch gekämpft, aber die Angreifer hatten gesiegt. Die wenigen türkischen Krieger, die noch am Leben und nicht so schwer verletzt waren, versuchten sich von ihren Gegnern zu lösen und zu fliehen. Der Drachenritter selbst beteiligte sich nicht mehr am Kampf. Er stand in einiger Entfernung da und starrte ihn an. Andrei wurde klar, dass er auch die unheimliche Szene mit Frederik beobachtet haben musste. Er nahm sein Schwert, trat dem unheimlichen Ritter einen Schritt entgegen und machte eine auffordernde Geste. Da war noch etwas zwischen ihnen, was darauf wartete, zu Ende gebracht zu werden. Der Drachenritter nickte. Doch er nahm Andres Herausforderung damit nicht an. Hatte er wirklich geglaubt, dass dieser Mann fair kämpfte? André registrierte ein Geräusch hinter sich, aber er kam nicht einmal mehr dazu, sich umzudrehen. Ein harter Schlag traf seinen Hinterkopf und löschte sein Bewusstsein aus. Als er zu sich kam, war er an Händen und Füßen gefesselt. Er lag bäuchlings im Sattel eines Pferdes, vielleicht auch eines Maultiers, dem schwankenden Gang nachzuschließen. Man hatte ihm einen Sack über den Kopf gestülpt, so daß er nicht nur blind war, sondern auch nur mühsam atmen konnte. Wenigstens konnte er hören. Hufschläge, sehr viele Stimmen, die mannigfaltigen, einzeln kaum identifizierbaren Laute, die in ihrer Gesamtheit die typische Geräuschkulisse eines Trosses abgaben, manchmal ein Wortfetzen, den er verstand. In seiner Umgebung wurden verschiedene Sprachen gesprochen, was gewisse Rückschlüsse auf die Zusammensetzung des Trupps zuließ, der die türkische Patrouille überfallen hatte. Eine sehr lange Zeit verging auf diese Weise, aber Andrei wusste, wie sehr das Zeitgefühl eines Menschen getäuscht werden konnte. Plötzlich bemerkte er eine Veränderung. Der Tross wurde langsamer und die Geräusche hörten sich anders an. Die Hufschläge der Pferde riefen nun hallende Echos hervor, als brächen sie sich an steinernen Wänden, und er hörte noch andere, neue Laute, die ihm verrieten, dass sie eine Stadt erreicht hatten – Vielleicht auch eine Burg. Kurz darauf hielten sie an. André wurde unsanft vom Rücken des Tieres gezerrt und auf die Füße gestellt. Jemand durchtrennte seine Fußfesseln. Er konnte gehen, aber an einen Fluchtversuch war gar nicht zu denken. Mindestens zwei Männer hielten ihn, und wie viele noch in seiner Nähe waren, war nicht auszumachen. André wurde grob vorangestoßen und in ein Haus boxiert. Dann ging es eine steile Treppe hinunter und in einen kalten, muffig riechenden Raum. Ein dunkler, rötlicher Lichtschimmer durchdrang den groben Stoff der Kapuze, die man ihm übergestülpt hatte, und er hörte Metallklirren. Auch seine Handfesseln wurden durchtrennt, aber seine Arme wurden sofort von jeweils zwei kräftigen Händen gepackt und nach oben gezwungen. In seinem Rücken spürte er harten Stein. Seine Gelenke wurden weit über seinem Kopf mit eisernen Handfesseln angekettet. Erst danach rissen ihm seine Peiniger die Kapuze vom Kopf. André blinzelte ein paar Mal. Nicht weit von seinem Gesicht entfernt brannte eine Fackel, deren Licht ihm unangenehm grell erschien, so daß er im ersten Moment kaum etwas sehen konnte. Immerhin erkannte er, daß seine Einschätzung richtig gewesen war. Er befand sich in einem niedrigen Gewölbekeller, dessen Wände aus nur grob behauenem Felsgestein bestanden. Auf dem Boden lag übel riechendes Stroh und hoch unter der Decke gab es ein schmales Fenster, hinter dem aber kein Tageslicht zu sehen war. Abgesehen von ihm selbst befanden sich noch drei weitere Männer hier unten. Zwei der zerlumpten Soldaten, die die türkische Patrouille überfallen hatten, und der Drachenritter. Er stand in einigem Abstand da und starrte ihn durch die Seeschlitze seiner unheimlichen Maske durchdringend an. Andrei hörte ein gedämpftes Stöhnen, drehte den Kopf nach links und sah, dass das Kellerverlies noch einen weiteren Bewohner hatte. Abodun war neben ihm an die Wand gekettet. Er bot einen schrecklichen Anblick in sich zusammengesunken wurde er nur noch von den eisernen Ringen um seine Handgelenke gehalten. Er war kaum noch bei Bewusstsein, und sein Gesicht zeigte, dass man ihn schwer geschlagen hatte. Es ist gut. Der Drachenritter machte eine befehlende Geste, und die beiden Männer verließen hastig den Keller. André kam es vor, als flüchteten sie aus der Nähe ihres Herrn. Der Drachenritter kam mit langsamen Schritten näher. Statt des Morgensterns trug er ein Schwert mit einer gezahnten Klinge im Gürtel, eine Waffe, die zum Verletzen und Verstümmeln gemacht zu sein schien. Im flackernden roten Licht der Fackel sah seine Rüstung nun wirklich aus, als wäre sie in Blut getaucht worden. Einen Moment lang sah der Ritter Andrei an, dann schlenderte er fast gemächlich zu Abu hin, legte die Hand unter sein Kinn und hob seinen Kopf an. Abu stöhnte und versuchte die Augen zu öffnen, aber seine Lider waren zugeschwollen. Der Ritter ließ sein Kinn los, kam auf Andre zu und hob abermals die Hand. Andre ahnte, was kommen würde, aber er versuchte nicht sich zu wehren oder auch nur den Kopf zu drehen. Es wäre ohnehin zwecklos gewesen. Und er wollte dem Drachenritter nicht die Genugtuung gönnen, ihnen Angst versetzt zu haben. Langsam drehte der Ritter die Hand. Andrej biss die Zähne zusammen, als einer der rasiermesserscharfen Dornen auf dem Rücken seines Handschuhs seine Wange aufriß. Warmes Blut lief über sein Gesicht. Der Ritter Zog die Hand zurück, wartete einen Moment und wischte dann das Blut von seiner Wange. Die Augen hinter den schmalen Seeschlitzen weiteten sich. Tatsächlich, sagte er, ich habe mich nicht getäuscht. Er schwieg einen Moment, dann ging er wieder zu Abudun hin und ritzte auch seine Wange. Der Pirat stöhnte vor Schmerzen, hatte aber wohl nicht einmal die Kraft, den Kopf zur Seite zu drehen. Nein, sagte der Drachenritter. Bei ihm funktioniert es nicht. Warum tust du das? fragte Andrei. Macht es dir Spaß, Menschen zu quälen? Ja, antwortete der Ritter. Das größte Vergnügen überhaupt, obwohl ich nicht sicher bin, ob ihr überhaupt Menschen seid. Er kam wieder näher. Bei diesem Moor natürlich schon, aber bei dir. Was bist du? Mach mich los und gib mir eine Waffe, dann zeige ich es dir. Knurrte Andre. Oder mach mich einfach nur los. Das würde schon reichen. Der Ritter lachte. Das werde ich nicht tun. Aber ich gebe dir mein Wort, dass ich nicht versuchen werde, dich daran zu hindern, dich aus eigener Kraft zu befreien. Hast du schon einmal einen Fuchs gesehen, der in eine Falle gegangen ist? Manchmal beißen sie sich selbst die Pfote ab, um sich zu befreien. Ich frage mich, ob du das auch könntest. Und ob deine Hand vielleicht nachwachsen würde. »Du bist tatsächlich ein außergewöhnlich tapferer Mann,« hünte Andrei. »Es gehört schon eine Menge Mut dazu, einen Mann zu verspotten, der hilflos an die Wand gekettet ist.« »Ich bin tapfer,« antwortete der Drachenritter ruhig, »aber nicht dumm. Welche Chance hätte ich schon gegen einen Mann, der nicht verletzt werden kann?« Andrei lachte, obwohl ihm ganz und gar nicht danach zumute war. »Willst du mich foltern? Das hätte wenig Zweck.« Ho, ho, ho. ganz im Gegenteil, antwortete der Drachenritter lachend. Es würde vieles für mich vereinfachen. Dieses äh, Bauernpack hält nicht viel aus. Ich brauche ständig neues Material, und in Zeiten wie diesen ist es manchmal nicht leicht, ausreichend Nachschub zu bekommen. Du würdest dieses Problem für eine ganze Weile lösen. Ich könnte mich lange mit dir amüsieren. Sehr lange. Willst du mir Angst machen? fragte Andrei. Nein, antwortete der Drachenritter. Ich werde dich morgen wieder aufsuchen, und bis dahin hast du Zeit, über meine Worte nachzudenken. Welche Worte? fragte André trotzig. Du hast ja noch gar nichts gesagt. Dein Geheimnis, sagte der Ritter. Ich will, dass du es mich lehrst. André lachte böse. Du musst wahnsinnig sein, wenn du glaubst, dass ich einem Monster wie dir ein solches Geheimnis anvertrauen würde, selbst wenn ich es könnte. Wahnsinnig. Wer weiß, aber das spielt für dich keine Rolle, nicht wahr? Du wirst reden so oder so, aber ich mache dir ein für mich ungewohnt großzügiges Angebot. Ich verspreche einen schnellen und schmerzlosen Tod, wenn du redest. Er kann aber auch Tage dauern, Wochen, wenn du willst. Du willst mich foltern? Andre zwang sich zu einem Grinsen. Mach dich doch nicht lächerlich. Wer spricht von dir? fragte der Drachenritter. Wie wäre es mit ihm? Er deutete auf Abodun. Ich habe gerade von seinem Volk exquisite Tötungsarten gelernt, die ich gerne einmal an ihm ausprobieren würde. Es liegt bei dir. Oh ja, und selbstverständlich müsstest du dabei zusehen. Und außerdem hast du dich noch nicht gefragt, wo dein junger Freund geblieben ist. Frederick? entfuhr es André. Was ist mit ihm? Frederick? Das ist also sein Name. Um deine Frage zu beantworten, nichts. Es geht ihm gut. Noch. Wenn du ihm etwas antust, wirst du noch aus der Hölle zurückkommen und mich töten. Ja, ja, unterbrach ihn der Drachenritter. Ich weiß, aber es liegt ganz bei dir. Ich kann dir nicht geben, was du willst, sagte Andrei. Es ist nichts, was man lernen kann. Dann stille wenigstens meinen. meinen Wissensdurst, sagte der Drachenritter spöttisch. Schlaf eine Nacht darüber. Du musst die spartanische Unterkunft verzeihen, aber wir haben Krieg, und in solchen Zeiten muss man manchmal auf den gewohnten Luxus verzichten. Wenn du irgendwelche Wünsche hast, klingle einfach nach dem Diener. Er lachte noch einmal, drehte sich dann um und ging. Der Raum hatte keine Tür, so dass Andrej hören konnte, wie seine Schritte draußen auf der Treppe verklangen. Er blieb jedoch nicht lange allein, es verging nur Augenblicke, bis er erneut Schritte hörte und einer der beiden Soldaten zurückkam. Er bedachte André nur mit einem flüchtigen Blick, ging dann zu Abudun und hob seinen Kopf an. Auf seinem Gesicht breitete sich ein Ausdruck von wachsendem Schrecken aus, als er Abuduns zerschlagenes Antlitz betrachtete. »Gott im Himmel«, murmelte er erschüttert, »dieses, dieses Vieh!« »Hast du keine Angst, dass dein Herr hört, wie du über ihn sprichst?«, fragte André. »Täppisch?« »Ist das sein Name? Der des Drachenritters?« Fürst Wladimir Tepesch, bestätigte der Soldat. Aber er nennt sich selbst gerne Dracul. Du kannst ihn ruhig so ansprechen. Es macht ihm nichts aus. Ich glaube, er schmeichelt ihm. Er will, dass die Menschen ihn fürchten. Er wies mit einer Kopfbewegung auf Dun. Ist er ein Freund von dir? Ja, antwortete Andrei. Auch wenn er ein Araber ist. Wir sind hier auf dem Balkan. Dazu ziemlich jeder ein bisschen morgenländisches Blut in seiner Ahnenreihe. Selbst Teppisch. Aber das sollte man ihm besser nicht ins Gesicht sagen. Vielleicht würde er dann doch böse. Er legte den Kopf auf die Seite. »Ich bin Vlad. Wie ist dein Name?« »André. Vlad?« »Eigentlich Wladimir«, antwortete Vlad achselzuckend. »Aber seit Dracul über Burg Weix und damit über die Walachei und ganz Transsilvanien herrscht, ist dieser Name nicht mehr besonders beliebt? Keine Sorge, der Name ist alles, was ich mit ihm gemein habe. Und dass du ihm dienst. Die andere Alternative wäre, zu Draculs Kurzweil beizutragen. Vlad zog eine Grimasse. Wo kommt ihr her, dass ihr so wenig über ihn wisst? Er genießt einen gewissen Ruf. Von ziemlich weit her, antwortete André ausweichend. Ich verstehe. Vlad nickte. »Du willst nicht darüber reden. Es geht mich auch nichts an. Brauchst du etwas? Ich kann dir Wasser bringen oder auch ein Stück Brot.« »Ein Arzt für abodun wäre gut.« »Das ist unmöglich. Wenn Dracou davon erführe...« Er schüttelte den Kopf. André nahm sich das erste Mal Zeit, Vlad genauer zu betrachten. Er war ein Mann schwer zu schätzenden Alters mit einem scharf geschnittenen, harten Gesicht und dunklen Augen, etwas größer als André, aber auch deutlich schlanker. Er hatte einen wachen Blick, der einen schärferen Geist verriet, als sein zerlumptes Äußeres und seine Art sich zu geben vermuten ließen. André traute ihm nicht. Und wie konnte er? Aber er hütete sich auch, ihn gleich als erbitterten Feind einzustufen. Der Grad zwischen angezeigter Vorsicht und krankhaftem Misstrauen war schmal. Vielleicht könntest du tatsächlich etwas für mich tun, sagte er. Da war ein Junge bei uns. Sein Name ist Frederik. Ich möchte wissen, was ihm geschehen ist. Ich werde keine Fragen stellen, sagte Vlad. Dabei verliert man zu schnell seine Zunge. Aber ich werde die Ohren offen halten. Vielleicht höre ich etwas. Danke, sagte Andrei. Und ein Schluck Wasser wäre vielleicht doch nicht schlecht. Vlad kam tatsächlich nach einiger Zeit zurück und brachte ihnen Wasser und ein kleines Stück Brot. Doch ansonsten blieben sie für den Rest der Nacht allein. Andrei schlief ein paar Mal ein. Wachte aber immer wieder durch die Schmerzen auf, die durch die Art seiner Fesselung verursacht wurden. Seine Handgelenke schmerzten unvorstellbar, jeder Muskel von seinen Schultern aufwärts war verkrampft und gefühllos. Was Dun erleiden mochte, wagte er sich nicht einmal vorzustellen. Der Pirat hatte die ganze Nacht über hohes Fieber und fantasierte laut in seiner Muttersprache, aber als sich in dem kleinen Fenster über ihnen das erste Morgenlicht zeigte, erwachte er aus seinem Fiebertraum. Seine Augen waren dunkel vor Schmerz. Und sein Gesicht sah nun viel mehr grau als schwarz aus, aber zumindest schien ihr das Fieber überwunden zu haben. Hexenmeister, murmelte er. Ich wollte, ich könnte dir sagen, dass ich mich freue, dich zu sehen, aber das wäre eine Lüge. Er sprach so undeutlich, daß André Mühe hatte, ihn zu verstehen, denn seine Lippen waren unförmig geschwollen, seine Zähne waren rot von seinem eigenen eingetrockneten Blut. Und ich freue mich, daß du noch lebst antwortete Andrei. »Wahrscheinlich fragst du dich, warum?« nuschelte Abudun. »Wenn du die Antwort gefunden hast, verrate sie mir. Ich, ich habe noch nie gehört, dass Teppisch einen Muslim am Leben gelassen hätte, und wenn, hat sich dieser vermutlich gewünscht, er hätte es nicht getan.« Er versuchte, sich aufzurichten und stieß einen keuchenden Schmerzenslaut aus, als die eisernen Fesseln in seine wundgescheuerten Handgelenke schnitten. »Du wusstest also, wer er ist,« sagte Andrei. »Ich habe von ihm gehört«, brachte Abudun stöhnend hervor. »Der schwarze Engel ist der Schlimmste der Drachenritter.« Aber ich wusste nicht, dass er es ist. Es heißt, dass nicht viele Menschen sein Gesicht bisher gesehen haben. »Woher weißt du dann?« »Weil ich nicht taub bin«, unterbrach ihn Abudun. »Ihr habt laut genug geredet.« »Du hast den Bewusstlosen gespielt.« »Das erschien mir angeraten«, antwortete Abudun. »Es macht keinen Spaß, einen Mann zu quälen.« der den Schmerz nicht spürt. Ich bin kein sehr tapferer Mann. Habe ich dir das schon erzählt? Du bist ein Lügner. Abudun versuchte noch einmal in eine andere Position zu gelangen, und diesmal schaffte er es. Ich hoffe, du überlegst dir deinen Standpunkt noch einmal. Ich bin nicht versessen darauf, Draculs Erfindungsreichtum kennenzulernen. Glaubst du etwa, er würde dich am Leben lassen? fragte Andrei. Oder auch nur sein Wort halten? Nein, gestand Abudun nach kurzem Überlegen. Er rang sich ein gequältes Grinsen ab. »Wenn du wirklich ein Hexenmeister bist, wäre jetzt vielleicht der Moment, ein paar deiner deiner Zaubertricks vorzuführen.« »Wenn ich zaubern könnte, wären wir nicht hier,« antwortete Andre. »Ja, auch das habe ich befürchtet,« seufzte Abudun. »Und was tun wir jetzt?« »Abwarten,« antwortete Andre. »Es sei denn, du hast eine bessere Idee.« »Nein,« sagte Abudun. »Was habe ich nur getan, dass Allah mich so bestraft?« »Tja, ich könnte es dir erklären«, antwortete andrej »Doch ich fürchte, dazu reicht unsere Zeit nicht.« Er bewegte vorsichtig die Hände. Es tat sehr weh, aber entgegen seiner eigenen Erwartung konnte er es. Prüfend zerrte er an der Kette, begriff aber sofort, wie sinnlos es war. Sie war stark genug, einen Ochsen zu halten. »Das hat keinen Zweck«, sagte Abudun. »Dracul hat gesehen, wozu du fähig bist. Und der Junge auch. Ich habe es übrigens ebenfalls gesehen.« André schwieg, obwohl er die Botschaft durchaus verstand, die sich in dieser harmlos erscheinenden Bemerkung verbarg. Lass mich nicht dumm sterben, Hexenmeister, sagte Abudun nach einer Weile. Erzähle es mir. Du bist es mir schuldig. Du wirst nicht sterben, beharrt Andrei. Und ich bin dir nichts schuldig. Über eine dieser beiden Behauptungen können wir jetzt lange streiten, sagte Abudun. Also? Ich kann es nicht, sagte Andrei. Glaub mir, ich kenne das Geheimnis selbst nicht. Eines Tages bin ich aufgewacht und und es war einfach so. Er zögerte einen Moment. Malthus, der goldene Ritter, den ich getötet habe, er hat mir einiges erzählt, aber ich weiß nicht, ob es die Wahrheit ist. Ich habe es gesehen, sagte Abudun. Der Junge hat Blut getrunken und nicht das erste Mal. André wusste, was er damit sagen wollte, überging es aber. Es ist nicht seine Schuld, sagte er. Ich wusste es nicht, aber er muss wohl gesehen haben, was bei Malthus Tod geschah. Er hat es falsch verstanden. Er mußte es falsch verstehen. Wenn überhaupt, dann trage ich die Schuld. Ich hätte es ihm erklären müssen. Was? Dass ihr Blut trinken müsst, um am Leben zu bleiben? Aber so ist es nicht! Andre war selbst ein wenig über die Heftigkeit erschrocken, mit der er widersprach. Nicht wirklich! Dann habe ich mir nur eingebildet, es gesehen zu haben. Nein! Aber es bringt uns keine Kraft, das Blut eines normalen Menschen zu trinken. Es muss einer der unseren sein. Jemand, der so ist wie wir. Ich wusste es selbst nicht, bevor ich Matos Blut getrunken habe. Selbst bei der Erinnerung an das schreckliche Erlebnis seiner ersten Transformation begann seine Stimme zu zittern. Es war grauenhaft gewesen, die entsetzlichste und zugleich berauschendste Erfahrung seines bisherigen Lebens. Er konnte Abudun unmöglich erklären, was er gespürt hatte, denn er verstand es selbst nicht genau. Aber er versuchte es. Ich habe lange Zeit geglaubt, ich wäre der Einzige, sagte er. Ich wusste nicht, dass es mehrere wie mich gibt. Und ich wusste nicht, dass wir das Blut eines der Unseren trinken müssen. Vielleicht ist das der Preis, den wir für das bezahlen, was wir sind. Dun kniff eines seiner zugeschwollenen Augen noch weiter zu. Ihr müsst euch gegenseitig töten, um am Leben zu bleiben? »Das glaube ich nicht.« »Es ist aber so,« beharrte Andrei. »Ich glaube nicht einmal, dass es das Blut ist. Es ist wohl nur eine Art Symbol, wenn du so willst. Es ist die Lebenskraft, die wir aufnehmen.« »Das ist unmöglich,« beharrte Abudun. Obwohl es ihm Schmerzen bereiten musste, schüttelte er heftig den Kopf. »Wenn es so wäre, dürftest du gar nicht hier sein. Ihr hättet euch längst gegenseitig ausgerottet. Vielleicht ist es der einzige Grund, aus dem wir euch...« noch nicht ausgerottet haben, antwortete Andrei. Darüber musste Abudun eine Weile nachdenken. Schließlich sagte er, das ist unheimlich, unnatürlich. Du wolltest es wissen, antwortete Andrei. Vielleicht will ich es nicht glauben, gestand Abudun, obwohl es wohl wahr sein muss. Allahs Wege sind wahrlich rätselhaft. Leider hilft uns das im Moment nicht weiter. Vielleicht kann ich euch weiterhelfen. Vlad trat gebückt durch die niedrige Tür und kam näher. Er sah sehr müde aus. Anscheinend hatte er die ganze Nacht kein Auge zugetan. Andrej fragte sich voller Unbehagen, wie lange er schon dort stand und wie viel er gehört hatte. Ich kann nicht lange bleiben, fuhr Vlad fort, während er näher kam, aber ich habe etwas über den Jungen in Erfahrung gebracht. Frederik, lebt er? Bei dem Wort Leben hob Vlad kurz die linke Augenbraue, aber er sagte nichts, sondern kam näher und setzte einen Becher mit brackig schmeckendem Wasser an Andres Lippen. Er wartete, bis er ihn mit gierigen tiefen Zügen zur Hälfte geleert hatte. Dann nahm er ihn fort und ging zu Abu Dun, um auch dessen schlimmsten Durst zu stillen. Erst dann beantwortete er Andres Frage. »Ihr ist bei Teppisch, sagte er. Ich habe gehört, dass er ihn nach Petershausen bringen lässt und von dort aus vielleicht zur Burg Weix. Die Türken sind im Anmarsch. Wir werden Rettenbach noch heute verlassen und uns ebenfalls nach Petershausen zurückziehen. Dort ist es sicherer. Die Stadt ist befestigt. Nicht sehr gut, aber sie ist befestigt. Vielleicht scheint sie den Türken nicht lohnend genug, um sie zu belagern und zu stürmen. Und Rakul selbst? Vlad hob die Schultern. Es heißt, er käme im Laufe des Tages zurück, um noch einmal mit dir zu reden, aber ich weiß es nicht. Er teilt mir seine Pläne nicht mit. Er wandte sich wieder zur Tür. Ich komme später noch einmal und bringe euch Wasser. Mehr kann ich nicht für euch tun. Aber vielleicht war das schon mehr, als sie verlangen konnten. Vlad kam noch zweimal an diesem Tag einmal um das versprochene Wasser und einmal um ein wenig Brot zu bringen, mit dem er sie zu gleichen Teilen fütterte. Abudun weigerte sich am Anfang zu essen, aber Andrei überredete ihn schließlich dazu. Es war entwürdigend, wie ein hilfloser Säugling gefüttert zu werden. Die Situation war Andrei ebenso peinlich wie ihm. Aber allein der Umstand, dass sie angekettet waren und sich nicht von der Stelle rühren konnten, brachte einige, noch viel peinlichere Dinge mit sich. Abudun beugte sich schließlich seinem Argument, dass sie womöglich jedes bisschen Energie brauchen würden, das sie bekommen konnten. Beim dritten Mal, es war schon später Nachmittag, war es nicht Vlad, der die Treppe herunterpolterte, sondern Wladimir Tepesch Dracul. Er trug auch jetzt seine bizarre blutfarbene Rüstung, obwohl es eine schiere Qual sein mußte, sich den ganzen Tag über daran zu bewegen. Er kam nicht allein, sondern in Begleitung Vlatz und drei weiterer Männer. Ich sehe, ihr habt die Nacht in meinem bescheidenen Gästehaus genossen, begann er spöttisch. Hattest du Zeit, über meinen Vorschlag nachzudenken? Das hatte ich, antwortete Andrei. Und? Fahr zur Hölle! Teppisch lachte. »Nein, ich fürchte, diese Gnade wird Gott mir nicht erweisen«, sagte er. »Dort würde ich mich vermutlich wohlfühlen. Also fürchte ich, dass ich in den Himmel komme, um dort für alle Ewigkeiten Höllenqualen zu erleiden.« »Du langweilst mich«, sagte André. Er starrte an Dracul vorbei ins Leere. Der lachte. »Oh, mir würden da schon ein paar Dinge einfallen, um unsere Unterhaltung etwas kurzweiliger zu gestalten«, sagte er. »Ich fürchte nur, dass unsere Zeit dazu nicht reicht.« er deutete mit einer Kopfbewegung auf Abudun. »Seine Brüder sind auf dem Weg hierher. Sie sind noch eine gute Strecke entfernt. Wir müssen uns an einen sicheren Ort zurückziehen. Aber grämt euch nicht, lieber Freund. Wir werden unterwegs viel Zeit haben, um zu reden.« »Was hast du mit Frederik gemacht?« fragte André. »Deinem jungen Freund? Nichts. Es war nicht notwendig. Der Junge ist viel einsichtiger als du. Ich glaube, dass wir Freunde werden könnten.« Genau das war die größte Angst, die Andrei hatte. Er machte sich schwere Vorwürfe, nicht schon längst und ganz offen mit Frederik gesprochen zu haben. Das Schicksal hatte dem Jungen einen grausamen Streich gespielt, ihm seine Unverwundbarkeit so früh zu schenken. Er hatte noch nicht einmal Zeit genug gehabt, herauszufinden, wer er war, wie sollte er da begreifen, was er war. Nicht einmal Andrei wusste es genau. Wenn Frederik unter den Einfluss eines Ungeheuers wie Teppich gerät, André wagte sich nicht einmal vorzustellen, was dann aus ihm werden konnte. Nun, ich erwarte jetzt keine Antwort von dir, fuhr Teppisch fort, als André beharrlich schwieg. Wir brechen gleich auf. Bis dahin müssen wir allerdings dafür sorgen, dass ihr wieder einigermaßen menschlich ausseht und äh, riecht. Er gab Vlad einen Wink. Wascht sie und gebt ihnen saubere Kleider. Ich erwarte euch unten am Fluss. Er ging. Vlad und die drei anderen Männer blieben zurück und ketteten erst Abudun und dann Andrej los, waren aber dabei sehr vorsichtig, so daß Andrej nicht die geringste Chance gehabt hätte, einen Ausbruchsversuch zu wagen, selbst wenn er die nötige Kraft dazu besessen hätte. Sie wurden unsanft aus dem Keller nach oben befördert, wo erst Abudun und dann ihm die Kleider vom Leib gerissen wurden. Dann tauchte man sie in einen bereitstehenden Zuber mit eiskaltem Wasser, bis sie einigermaßen sauber waren, allerdings auch halb erstickt. Sie bekamen neue Kleider, und Vlad nutzte die Gelegenheit gleich, um Duns schlimmste Wunden zu verbinden, was den Piraten mit einigem Erstaunen zu erfüllen schien. Anschließend wurden ihre Hände auf den Rücken gebunden und André zusätzlich noch eine Fußfessel angelegt. Habe ich dein Wort? fragte Vlad, als sie sich daran machten, das Haus zu verlassen. Mein Wort worauf? Dass du nicht zu fliehen versuchst, antwortete Vlad ernst. Oder mich, verhext. Wohin sollte ich schon gehen? fragte André spöttisch. Und wie? Außerdem ist Frederik bei deinem Herrn. Ich würde mich selbst dann zu Dracul begeben, wenn ich die freie Wahl hätte. Blatt sah ihn einen Moment lang prüfend an, dann drehte er sich um und wandte sich an die drei Bewaffneten in seiner Begleitung. Bringt den Mohren zu Fürst Tepesch, sagte er, und behandelt ihn gut. Wir brauchen ihn vielleicht noch. Falls wir auf die Türken stoßen, kann er uns als Geisel von Nutzen sein. André hatte mit Widerspruch gerechnet, aber das genaue Gegenteil war der Fall. Die drei Männer und ihr Gefangener verschwanden so schnell, dass es fast einer Flucht gleich kam, und es dauerte auch nur einen Moment, bis er begriff, dass es genau das war. Die drei Soldaten waren froh, aus seiner Nähe verschwinden zu können. »Warum tust du das?«, fragte er, als sie allein waren. »Was?« »Du weißt genau, was ich meine«, antwortete Andrei. »Dein Herr wird nicht glücklich sein, wenn er hört, dass du mich gut behandelst.« »Dracul ist nicht mein Herr«, sagte Vlad. Für einen Moment schwang fast so etwas wie Hass in seiner Stimme mit. Dann fand er seine Beherrschung wieder und zuckte mit den Schultern. Vielleicht habe ich auch euer Gespräch heute Morgen gehört, fuhr Vlad fort, und mir meine Gedanken dazu gemacht. Vielleicht? Was soll das heißen? Vlad hob zur Antwort nur die Schultern, ließ sich plötzlich in die Hocke sinken und durchtrennte mit einem schnellen Schnitt seine Fußfesseln. Geh! Andrej versuchte nicht noch einmal in Vlad zu dringen. Er traute ihm immer noch nicht völlig, aber ob er es nun ehrlich meinte oder nicht, im Augenblick hatte er eindeutig er die bessere Position. Er folgte Vlad's Aufforderung und verließ das Haus. Da er gesehen hatte, dass sich Abudun und seine drei Begleiter nach links gewandt hatten, wollte er in die gleiche Richtung losmarschieren, aber Vlad schüttelte den Kopf und deutete in die entgegengesetzte Richtung. andre gehorchte. Zum ersten Mal sah er die Stadt, in der sie gefangen gehalten wurden, wobei er nicht ganz sicher war, ob Stadt tatsächlich die richtige Bezeichnung war. Rettenbach war ein winziges Nest, das nur aus einer Handvoll Häuser bestand, die sich rechts und links einer einzigen morastigen Straße drängten. Die meisten waren klein und ärmlich, und er sah kaum einen Menschen auf der Straße. Wahrscheinlich waren viele bereits geflohen, um sich vor den heranrückenden Türken in Sicherheit zu bringen. Ich bin Roma, begann Vlad, nachdem sie eine Weile schweigend nebeneinander hergegangen waren. Weißt du, was das ist? Andrej schüttelte den Kopf, und Vlad schürzte die Lippen. Verletzt, aber nicht so, als überrascht ihn diese Antwort. Dann sagt dir das Wort Zigeuner vielleicht mehr, sagte er bitter. Nun wusste Andrej, wovon er sprach. Er nickte. Das wundert mich nicht, sagte Vlad bitter. Weißt du, woher dieser Name kommt? Wir haben ihn nicht selbst gewählt. Er bedeutet ziehende Gauner. Das sind wir in euren Augen ziehende Gauner nicht mehr. Aber es macht uns nichts aus. Wir sind es gewohnt, mit eurer Verachtung zu leben. Wir sind ein Volk ohne Land, das gewohnt ist, ein Nomadenleben zu führen. Wir wollen es nicht anders. André spürte, wie schwer es Vlad fiel, darüber zu sprechen. Er fragte sich, warum er es tat. Ich war einst Mitglied einer großen Sippe, André, fuhr Vlad fort. Einer sehr mächtigen und sehr großen Sippe. Wir fühlten uns frei und wir fühlten uns stark. Zu stark. Und eines Tages begingen wir einen Fehler. Vielleicht war es Gottes Strafe für unseren Hochmut. Wir waren fast achthundert, weißt du. Heute gibt es nur noch wenige von uns. Vielleicht bin ich der Letzte. Was war das für ein Fehler? fragte André. Er spürte, dass Vlad diese Frage von ihm erwartete. Wir kamen hierher, antwortete Vlad. Nicht in diese Stadt, aber in dieses verfluchte Land. Wir waren gewarnt worden, aber wir haben diese Warnung in den Wind geschlagen. Wir fühlten uns so stark, aber wir rechneten nicht mit der Bosheit dieses, dieses Teufels. Teppisch, Dracul, ja. Vlad spielte den Namen regelrecht hervor. Wir wurden gefangen genommen, alle, Männer, Frauen, Kinder, Alte, Kranke, alle ohne Ausnahme. Dracul ließ drei von uns bei lebendigem Leibe rösten. Sie wurden in Stücke geschnitten und wir mussten ihr Fleisch essen. Andrei blieb stehen und starrte den Mann mit aufgerissenen Augen an. Was? Blatt nickte. Wer sich weigerte, dem wurden die Augen ausgestochen und die Zunge herausgeschnitten, sagte er. Die anderen hatten die Wahl unter Teppischs Fahne, gegen die Türken zu kämpfen oder ebenfalls zu sterben. Die meisten entschieden sich für den Kampf. Du hast. Ich habe das Fleisch meines Bruders gegessen. Ja, unterbrach ihn Vlad. Seine Stimme bebte. Du brauchst mich dafür nicht zu hassen, Andre, das du ich schon selbst in jedem Augenblick, der seither vergangen ist. Aber ich wollte leben. Vielleicht bin ich der Einzige, der sein Ziel erreicht hat. Fast alle anderen fanden den Tod im Kampf oder wurden von Dracul umgebracht. Dieses Ungeheuer, murmelte André erschüttert. Warum erzählst du mir das alles? Du musst dich nicht rechtfertigen, ich weiß, was es heißt, zu etwas gezwungen zu werden. Vlad antwortete nicht. Er drehte sich mit einem Ruck um und ging weiter und er achtete nicht einmal darauf, ob Andrej ihm folgte oder nicht. Andrej blieb auch tatsächlich einen Moment stehen, folgte ihm dann aber. Er war nicht nur schockiert von dem, was er gehört hatte, er war auch vollkommen verwirrt und fragte sich, warum Vlad ihm diese Geschichte erzählt hatte. Sicher nicht nur, um sein Gewissen zu erleichtern. Sie gingen noch eine ganze Weile weiter, dann hatten sie die Stadt hinter sich gelassen da wurden sie einer unheimlichen Szenerie gewahr. André blieb mit einem Gefühl vollkommenen Entsetzens stehen. Er hatte geglaubt, dass Vlads Geschichte das Schlimmste sei, was ein Mensch an Grausamkeiten ersinnen konnte, aber das stimmte nicht. André weigerte sich zu glauben, was er sah. Vor ihnen waren drei gut vier Meter hohe, armdicke Pfähle aufgestellt worden, die lotrecht in den Himmel ragten. Auf jeden dieser Pfähle war ein nackter Mensch aufgespießt. Zwei Männer, und eine Frau. Großer Gott! flüsterte Andrej. Vlad ergriff ihn am Arm und zerrte ihn so grob mit sich, dass er ins Stolpern geriet. Andrejs Entsetzen wuchs mit jedem Moment. Sein Magen revoltierte und er verspürte ein unsägliches Grauen, das nicht nur Übelkeit, sondern ganz konkreten körperlichen Schmerz in ihm auslöste. Die bedauernswerten Opfer dieser Gräueltat waren nicht aufgespießt worden wie Schmetterlinge auf die Nadel eines Sammlers, die armdicken Pfähle waren zwischen ihren Beinen in ihre Leiber gerannt worden, hatten ihren Weg hinauf durch ihre Körper gesucht und waren in der Halsbeuge wieder hervorgetreten, was ihre Köpfe in eine absurde Schräghaltung zwang. Noch während André glaubte, nunmehr die absolute Grenze dessen erreicht zu haben, was ein Mensch an Grauen überhaupt ertragen konnte, sah er sich abermals getäuscht. Einer der Männer lebte noch. Seine Augen waren geöffnet, pein. Nichts anderes als unvorstellbare Pein stand in sein Gesicht geschrieben. Drei Tage, sagte Vlad leise. Sein Rekord liegt bisher bei drei Tagen, die ein Opfer überlebt hat. Täppisch murmelte Andrei. Vlad machte ein sonderbares Geräusch. Wusstest du nicht, dass man ihn den Fehler nennt? Nein, antwortete Andrei. Und hätte er es gewusst, so hätte er sich nichts darunter vorstellen können. Er hatte von Grausamkeiten gehört, die Menschen einander antaten. Er hatte mehr davon gesehen, als er je gewollt hatte. Aber so etwas hätte er sich bis zu diesem Moment nicht einmal vorstellen können. Warum zeigst du mir das? wirkte er mühsam hervor. Statt gleich zu antworten, zog Vlad einen Dolch aus dem Gürtel, streckte den Arm in die Höhe und befreite die gepeinigte Kreatur mit einem schnellen Stoß von ihrer Qual. Er wischte die Klinge im Gras ab, und steckte sie zurück, ehe er sich zu Andre herumdrehte. »Damit du weißt, mit wem du es zu tun hast«, sagte er, »nur falls du geglaubt haben solltest, dass dieser Mann auch nur noch einen Funken Menschlichkeit in sich haben könnte.« Andrei machte sich von dem entsetzlichen Anblick los. Warum übte das Grauen nur eine solche Faszination auf Menschen aus? Er drehte sich weg und atmete ein paar Mal tief ein und aus, bis sich die Übelkeit allmählich zu legen begann. Und wozu er fähig ist? Menschen sind prinzipiell zu allem fähig, murmelte André. Dann schüttelte er den Kopf. Nein, das hätte ich mir nicht vorstellen können. Jetzt kannst du es, sagte Vlad Bitter. Ich wollte, dass du das siehst, bevor ich dir meine Frage stelle. Obwohl André eine ziemlich konkrete Vorstellung davon hatte, wie diese Frage lautete, fragte er Welche? Ich habe euer Gespräch heute Morgen belauscht sagte Vlad. Und ich habe gehört, was die Männer erzählt haben, die beim Kampf gegen die Türken dabei waren. Und? fragte André. Ich weiß, was du bist, sagte Vlad. Dann weißt du mehr als ich. Es gibt Legenden, die von Männern wie dir berichten, fuhr Vlad fort. Männer, die nachts ihre Gestalt verändern und auf schwarzen Schwingen fliegen, die unsterblich sind und Blut trinken. Du hast es gerade selbst gesagt, Vlad. Antwortete Andrei. Legenden, Märchen, mit denen man Kinder erschreckt. Du bist ein Vampir, sagte Vlad. Ich weiß es. So nennt man uns. Andrei wiederholte das Wort ein paar Mal und lauschte auf seinen Klang. Es hörte sich düster an, nach etwas uraltem, unheiligem. Es gefiel ihm nicht. Selbst wenn ich so ein Vampir wäre, sagte er, was sollte ich schon für dich tun? Nicht für mich antwortete Vlad. Es gibt nichts, was irgendein Mensch auf der Welt noch für mich tun könnte, es sei denn, mir einen gnädigen Tod zu gewähren. Aber ich kann nicht sterben, solange dieses Ungeheuer noch lebt. Ich verstehe, sagte Andre, du willst, dass ich ihn töte. Er lachte sehr leise und sehr bitter. Du hältst mich selbst für ein Ungeheuer, und du willst, dass ich ein anderes Ungeheuer für dich töte. Nicht für mich, widersprach Vlad, für die Menschen hier. Für das Land, für sie. Er deutete auf die drei Gepfählten. Auch für deinen jungen Freund. Willst du, dass er so wird wie er? Was geht mich das Land an? fragte André kalt. Du hast es selbst gesagt, die Menschen halten uns für Ungeheuer. Glaubst du, sie würden auch nur einen Finger rühren, um mir zu helfen oder Frederik? Ich verlange es nicht umsonst, sagte Vlad. Nicht? Was könntest du mir schon bieten? Ich weiß, was du bist, antwortete Vlad. Vergiss nicht, was ich bin. Wir sind Roma. Wir haben kein Land, aber wir haben Geschichten. Wir kennen alle die alten Geschichten und Legenden. Ich könnte dir sagen, woher ihr kommt und warum ihr da seid. Warum? fragte André. Vlad schüttelte den Kopf. Nein. Ich habe zu wenig, um etwas davon verschenken zu können. Du mußt dich nicht jetzt entscheiden. Dracul wird dir nichts tun und auch dem Jungen nicht. Ihr seid viel zu kostbar für ihn. Denk über meinen Vorschlag nach. »Ich könnte dir von Nutzen sein.« »Das werde ich«, versprach Andrei. Doch er hatte sich längst entschieden. Er würde dieses Ungeheuer vom Antlitz der Erde tilgen, nicht für Vlad, nicht für die drei unglückseligen Opfer vor ihnen, nicht für das Land und seine Menschen, sondern einfach, weil er eine Bestie war, ein Tier, das den Namen Mensch nicht verdiente und kein Recht hatte zu leben. »Das werde ich«, sagte er noch einmal. Wie sie es vorausgesehen hatten, stießen sie auf Teppisch und die anderen. Nach Drakuls Worten hatte Andrei eine Armee erwartet, aber der Drachenritter hatte keine drei Dutzend Männer bei sich, von denen ein Gutteil nicht einmal Krieger zu sein schien. Abodun saß auf einem Pferd neben teppesch Seine Hände waren nicht nur aneinander, sondern auch an den Sattelknauf gebunden, und zwar so, dass er keine Möglichkeit hatte, die Zügel zu fassen. Falls sie in einen Kampf verwickelt wurden, war er so gut wie verloren. Ihr kommt spät, begrüßte sie Teppisch. So, ich dachte, wir kämen genau zur verabredeten Zeit, antwortete Andrei. Dann wollen wir hoffen, dass sich die Brüder deines Freundes auch an den verabredeten Zeitplan halten, sagte Teppisch mit einer Kopfbewegung auf Dun. Sie sind schon ganz in der Nähe. Es wird Zeit, dass sie das Feld räumen. Andrei drehte sich halb herum und sah zum Dorf zurück. Aus der Entfernung betrachtet wirkte Rettenbach noch kleiner und ärmlicher und vor allem Wehrloser. Der Ort hatte keine Mauern, keine festen Häuser, keine Türme. Die Türken würden keine Mühe haben, ihn einzunehmen, um mit seinen Bewohnern nach Belieben zu verfahren. Andrei konnte nur hoffen, dass die vermeintlichen Heiden barmherziger waren als der Mann, der angeblich im Namen Christi kämpfte. Tepesch überließ sie einfach ihrem Schicksal, aber das war vielleicht nicht das Schlimmste, was ihn durch diesen Mann widerfahren konnte. Spar dir deinen Atem, sagte Dracul. Ich könnte nichts für sie tun, selbst wenn ich es wollte. Du könntest sie mitnehmen, sagte André, um mich von diesem Bauernpack aufhalten zu lassen. <lacht> Dracul lachte. Sie sind nur Ballast. Vlad, sein Pferd. Vlad zerschnitt mit seinem Messer Andrés Handfesseln, entfernte sich und kam kurz darauf mit zwei Pferden zurück. André stieg in den Sattel und streckte die aneinandergelegten Handgelenke aus, aber Dracul schüttelte nur den Kopf. Ich bitte dich. Lieber Freund, sagte er hämisch, so viel Vertrauen muss doch sein, oder? Ich meine, wo wir doch Freunde werden wollen. Wo ist Frederik? fragte Andrei. Teppesch sah ihn einen Moment nachdenklich an und gab dann das Zeichen zum Aufbruch. Erst als sie sich in Bewegung gesetzt hatten, antwortete er auf Andrei's Frage. An einem sicheren Ort. Sicher vor dir? Auch, bestätigte Teppesch ungerührt. Jedenfalls hoffe ich es. Was soll das heißen? Teppisch lachte. <lacht> »Dass ich nicht genau weiß, wo er sich im Moment aufhält«, sagte er. »Ich bin nicht dumm, und ich begehe nicht den Fehler, dich zu unterschätzen. Mein treuster Diener hat ihn weggebracht an einen Ort, den ich selbst nicht kenne.« Burg weix vermutete Andrei. Teppisch seufzte. »Vlad redet zu so viel«, sagte er. »Er ist ein zuverlässiger Diener, aber seine Zunge sitzt zu so locker.« Vielleicht sollte ich sie ihm an den Gaumen nageln lassen. Nein, ich weiß nicht, wo er ist. Er wird zu mir gebracht, sobald ich Burg Weichs unbeschadet erreiche. Sollte mir hingegen etwas zustoßen. Ich verstehe, sagte Andrei Düster. Du musst große Angst vor mir haben. Verwechsele Respekt nicht mit Angst, sagte Teppisch. Ich habe gesehen, wozu du fähig bist. Und wenn wir in einen Hinterhalt geraten... »Dann wär's um deinen jungen Freund geschehen, fürchte ich«, sagte Teppisch gleichmütig. »Das Leben ist voller Risiken.« André sagte nichts mehr. Er hatte nicht vor, sich in ein Gespräch verwickeln zu lassen, dessen Verlauf nicht er bestimmte. Der Mann war gefährlich in jeder Beziehung. Trotzdem war er es, der das Schweigen widerbrach, nachdem sie eine Weile nebeneinander geritten waren. »Es gibt da etwas, das du tun könntest, um mein Vertrauen zu gewinnen.« »So? Und was?« Tepesch klang nicht sonderlich interessiert. Er drehte nicht einmal den Kopf. Aber du, deutete auf den Piraten, der mit einem Ausdruck leiser Überraschung den Blick hob, als er seinen Namen hörte. Lass ihn frei. Und warum sollte ich das tun? Er ist dir nicht von Nutzen, sagte André, Nur ein Gefangener mehr, auf den du Acht geben musst. Das stimmt, sagte Tepesch. Vielleicht sollte ich ihn töten lassen. Lass ihn frei, beharrte André, Lass ihn gehen und wir reden. Du meinst das ernst?, sagte Teppisch in erstauntem Ton. Ich hätte nicht gedacht, dass du so billig zu haben bist. Du weißt nicht, wovon du sprichst, sagte Andrei. Selbst wenn ich dir gebe, was du von mir erwartest, wäre der Preis höher, als du dir auch nur vorstellen kannst. Ich kann mir eine Menge vorstellen, sagte Dracul. Aber gut, ich, ich bin heute großzügig. Der Heide kann gehen. Früher oder später schneidet ihm sowieso jemand die Kehle durch. Dann mach ihn los. Verlangte Andrei. Jetzt? <laughs> Teppe schüttelte den Kopf. Mit dem türkischen Heer auf den Fersen? Das wäre nicht klug. Er wird freigelassen, sobald wir Petershausen erreichen. Darauf hast du mein Wort. Und was ist dein Wort wert? fragte Andrei. Teppe schlachte böse. Ich würde sagen, mindestens so viel wie deines. Nicht weniger, aber auch nicht mehr. Sie ritten bis spät in die Nacht hinein und machten auch dann nur eine kurze Rast, gerade ausreichend, um die Pferde zu tränken und den Männern Gelegenheit zu geben, sich die Beine zu vertreten und ihre steif gesessenen Glieder zu recken. Dann ritten sie weiter. Andrej war sicher, dass sie ohne längere Rast durchreiten würden, bis sie Petershausen erreichten, was frühestens um die Mittagsstunde des nächsten Tages der Fall sein würde. Drakuls Furcht vor der heranrückenden türkischen Armee schien größer zu sein, als er zugab. Möglicherweise hatte er einen guten Grund dafür. Es musste Mitternacht sein, als André sich im Sattel herumdrehte und nach Osten zurücksah in die Richtung, aus der sie gekommen waren. Der Horizont glühte in einem dunklen Rot. Etwas brannte, etwas Großes. Vielleicht nur das Heerlager der Türken, dessen Lagerfeuer den Himmel erhellte. Vielleicht auch Rettenbach. Die Nacht zog dahin. Als der Morgen graute, legten sie eine zweite, etwas längere Rast ein, in der Teppich andres erneute Bitte, Abu Dún sofort freizulassen, wiederum abschlug. Sie ritten weiter und erreichten am frühen Nachmittag die bewaldeten Hügel um Petershausen, am Oberlauf des Flusses Artschesch, nicht weit entfernt von Poenari, auf dessen steilen Felsen der Walachenfürst gerade eine neue mächtige Burg errichten ließ, wie André gehört hatte. Aber vielleicht war das auch nur ein Gerücht, das Teppisch in die Welt gesetzt hatte, um seine Feinde zu beeindrucken. Die Stadt Petershausen zumindest war real. Sie war deutlich größer als Rettenbach und von einer wehrhaften, gut fünf Meter hohen Mauer umgeben, in die drei gewaltige Rundtürme eingebettet waren. Dahinter, schon fast an der Grenze des überhaupt noch Erkennbaren, erhob sich der düstere Umriss einer mittelgroßen Burg. Weix. Wladimir Tepeschs gefürchteter Stammsitz. Als sie sich dem Tor näherten, zügelte André sein Pferd und sah Tepesch auffordernd an. »Abudun!« Auch da Kuhl hielt an. André war schon fast überzeugt, dass er sich nur einen seiner grausamen Scherze mit ihm erlaubte, aber dann nickte er und machte eine befehlende Geste. »Bindet ihn los, er kann gehen. Niemand wird ihn anrühren, habt ihr gehört?« nicht nur Andrej war überrascht, als Vlad sein Pferd an das des Piraten heranlenkte und seine Handfesseln durchtrennte. Abodun riss ungläubig die Augen auf und starrte abwechselnd seine Hände, Tepech und Andrej an. Er hatte sichtlich Mühe zu glauben, was er sah. "Worauf wartest du, Heide?", herrschte tepesch ihn an. "Verschwinde, reite zu deinen Brüdern und sag ihnen, dass ich auf sie warte." "Das möchte ich nicht", sagte Abodun stockend. »Wie?« Teppisch schlägte lauernd den Kopf auf die Seite. Dun sah nicht ihn, sondern Andrei an. »Ich bleibe bei dir.« »Was soll denn dieser Unsinn?«, fragte Andrei. »Es ist kein Unsinn,« antwortete abudun Er versuchte gleichmütig zu wirken, aber seine Stimme klang ein ganz klein bisschen brüchig und er konnte nicht verhindern, dass sein Blick immer wieder in Drakuls Richtung irrte. »Schließlich haben wir eine Abmachung.« »Du bist verrückt,« sagte Andrei. »Aber André«, mischte sich Teppisch ein, »du wirst doch deinem Freund diesen Wunsch nicht abschlagen. Ich bin enttäuscht.« Er richtete sich im Sattel auf und sprach mit lauterer Stimme weiter. »Ihr habt es alle gehört. Der Moa ist mein Gast und ihr werdet ihn als solchen behandeln.« André starrte Abodun an und zweifelte für einen Moment ernsthaft an dessen Verstand. Sie in diese Stadt zu begleiten, bedeutete Aboduns sicheren Tod bildete sich der ehemalige Sklavenhändler tatsächlich ein, dass Teppisch ein Mann von Ehre war? Andrej war sicher, dass Dracul nicht einmal wusste, was dieses Wort bedeutete. Vlad, du wirst mit den anderen weiterreiten, fuhr Teppisch fort. Ich sorge dafür, dass unsere Gäste standesgemäß untergebracht werden. Dann folge ich euch. Vlad zögerte, er wirkte regelrecht bestürzt. Herr, seid ihr sicher, dass. Teppisch starrte ihn an, und Vlad verstummte und senkte hastig den Blick. Wie er befehlt. Er drehte hastig sein Pferd herum und sprengte los. Der Rest der kleinen Truppe folgte ihm. Für einen Augenblick waren sie allein, zwar nur wenige Meter von der Stadtmauer entfernt, aber allein und nicht einmal gefesselt. Ich weiß, was jetzt hinter deiner Stirn vorgeht, sagte Dracul. Zweifellos bist du dazu fähig, mich anzugreifen und zu töten, bevor mir jemand aus der Stadt zu Hilfe eilen könnte, obwohl ich bewaffnet bin und du nicht. Wirst du es tun? Du bist wahnsinnig, sagte Andrei. Mag sein. Teppisch deutete auf das offenstehende Stadttor Petershausens. Tu es oder reite dort hinein. Meine Zeit ist knapp. Warum tat er es nicht? Andrei war ganz und gar nicht sicher, dass er tatsächlich in der Lage gewesen wäre, den gut bewaffneten und gepanzerten Drachenritter in so kurzer Zeit zu überwältigen. Selbstverständlich würde die Torwache sofort Alarm schlagen. Die Männer blickten schon jetzt misstrauisch in ihre Richtung. Er ließ einige Augenblicke verstreichen, dann wendete er sein Pferd und ritt auf das Stadttor zu. Die anderen folgten ihm. Unter dem gemauerten Torbogen hielten sie an und stiegen aus den Sätteln. Zwei Männer in Kettenhemden traten ihnen mit langen Spießen entgegen, hielten aber respektvollen Abstand, wenn auch eher zu ihrem Herrn als zu Andrei und Abudun. teppesch musste den Kopf senken, um nicht in dem Torbogen anzustoßen, machte aber keine Anstalten abzusteigen, sondern gestikulierte zu den beiden Wachen hin. Bringt die beiden in den Turm, sagte er. Ich bin gleich zurück und will dann mit ihnen reden. Turm? Keine Sorge, antwortete Dracul. Es klingt schlimmer, als es ist. Die beiden Wächter führten sie eine steile Treppe hinauf in eine winzige, karg eingerichtete Kammer, die im oberen Stockwerk des massigen Turmes lag. Sie wurden nicht angekettet, und auch vor dem schmalen Fenster gab es keine Gitter, aber als die Tür hinter ihnen geschlossen wurde, konnten sie das Geräusch eines schweren Riegels hören, der vorgelegt wurde. Darauf achtete Andre aber kaum. Die Tür war noch nicht ganz geschlossen, da fuhr er herum und fauchte Abodun an. Was zum Teufel ist in dich gefahren? Ich verstehe nicht, behauptete Abodun. Du verstehst ganz genau, wovon ich spreche. Andrej musste sich beherrschen, um nicht zu schreien. Was soll dieser Irrsinn? Wieso bist du hier? Abodun ging zum Fenster und beugte sich neugierig hinaus. Das sind gute zehn Meter, sagte er. Und die Wand ist glatt. Trotzdem könnte man es schaffen. Abodun! sagte André scharf. Nur, was würde es nutzen? senierte Abudun. Dort draußen wird es spätestens in zwei Tagen von den Kriegern des Sultans wimmeln. Er drehte sich herum, lehnte sich neben dem Fenster an die Wand und verschränkte die Arme vor der Brust. Wusstest du, dass zwei der Krieger entkommen sind? Welche Krieger? Türken der Patrouille, die Drakuls Männer überfallen haben, erklärte der Pirat. Zwei von ihnen sind entkommen, mindestens. Ich würde dort draußen keinen Tag überleben. Oh, sagte Andrej, Sie haben gesehen, wie wir Rücken an Rücken gegen Ihre Brüder gekämpft haben, Delani. Ich bin jetzt ein Verräter, schlimmer als ein Feind. Jeder einzelne Mann des Heeres würde mir ohne zu zögern die Kehle durchschneiden. Teppisch wird dich ebenfalls töten, sagte Andrej. So wie dich, fügte Abudun hinzu, sobald er hat, was er von dir will. Ich weiß, sagte Andrej, aber ich habe einen Grund, dieses Risiko einzugehen. Frederik. Abudun sah ihn auf sonderbare Weise an. »Man könnte meinen, er wäre wirklich dein Sohn.« »Irgendwie ist er das auch,« murmelte Andrei, »in einem gewissen Sinne.« Er sah sich unschlüssig in der kleinen Kammer um. Es gab kein Bett, aber einen Tisch mit vier niedrigen Schemeln. Er ging hin und setzte sich auf einen davon, ehe er fortfuhr. »Auf jeden Fall ist er alles, was ich noch habe.« »Vielleicht ist er mehr, als gut für dich ist,« sagte Abudun ernst. »Der Junge ist böse, Andrei. Begreift das endlich.« »Das ist er nicht.« Widersprach Andre heftig. Er ist jung. Er weiß es nicht besser. Er braucht jemanden, der ihn leitet. Ich glaube, er hat ihn gefunden, sagte Abudun. Ich weiß nicht, wen ich mehr bedauern soll, Fürst Teppisch oder ihn. In einem Punkt gebe ich dir recht, sagte André. Dracul ist eine Gefahr für ihn. Ich muss ihn aus den Klauen dieses Ungeheuers befreien. So schnell wie möglich. Abudun stieß sich von der Wand ab und kam mit langsamen Schritten näher. Er setzte sich nicht sondern blieb mit verschränkten Armen auf der anderen Seite des Tisches stehen und sah auf Andrei hinab, und Andre fragte sich, ob er wohl wusste, wie drohend und einschüchternd er in dieser Pose wirkte. Ist dir schon einmal in den Sinn gekommen, dass es Menschen gibt, die einfach böse geboren werden? fragte er. Einen davon kenne ich, sagte André, aber Abudun verstand die spitze Bemerkung nicht einmal. Und deshalb hast du dich also entschieden, bei mir zu bleiben und auf mich aufzupassen. Fuhr André böse fort. Ich verrate dir ein Geheimnis. Ich brauche keinen Leibwächter. Man kann mich nicht verletzen. Schade, sagte Abudun. Wäre es so, dann würde ich dich jetzt windelweich prügeln, solange bis du endlich Vernunft annimmst. Er atmete hörbar ein, schwieg einen Moment und ließ sich dann auf einen der kleinen Hocker sinken. Das Möbelstück ächzte unter seinem Gewicht. Lass uns aufhören, miteinander zu streiten, sagte er. Das führt zu nichts. Ich habe nicht damit angefangen, behauptete André trotzig. Es klang so sehr nach einem verstockten Kind, dass er selbst lachen musste. Auch Abu lachte leise, aber seine Augen blieben ernst. Uns bleibt nicht viel Zeit, sagte er nach einer Weile, jetzt aber in versöhnlichem Ton. Ich kenne Seligs Pläne nicht, aber ich kann zwei und zwei zusammenzählen. Im Moment ist es hier noch scheinbar friedlich, aber das ist ein Trugbild. In zwei, spätestens drei Tagen versinkt dieses Land im Chaos. Ich weiß nicht, ob Selig diese Stadt des Eroberns für Wert hält. Ich täte es nicht. Aber selbst wenn er Petershausen ungeschoren lässt, werden seine Krieger das Land ringsum besetzen. Und? fragte Andrei. Noch können wir fliehen, sagte Abudun. Fliehen? Und wohin? Nach Westen, antwortete Abudun. Waren all deine Racheschwüre nur Gerede? Wir suchen diesen verdammten Inquisitor. Und wenn schon nicht ihn, dann das Mädchen. Oder war auch das nur so dahingesagt? Welches? Andrei ballte die Hand zur Faust. Oh, Frederick murmelte er. »Er redet zu viel. Ich habe ein oder zweimal über sie gesprochen, und, und ich habe niemals gesagt, dass sie mir etwas bedeutet.« »Du hättest deine Augen sehen sollen, als die Rede auf Maria kam«, sagte Abudun grinsend. »Du liebst sie, habe ich recht?« André schwieg. Er hatte sich diese Frage bisher nicht gestellt, vielleicht weil er Angst vor der Antwort hatte. Es war lange her, dass er die Frau, der er sein Herz geschenkt hatte, zu Grabe getragen hatte. Und er hatte sich damals geschworen, sich dem süßen Gift der Liebe nie wieder hinzugeben. Der Preis war zu hoch. Selbst wenn sie ein Menschenleben wehrte, der Schmerz über den Verlust dauerte länger, so unendlich viel länger. Trotzdem verging kein Tag, an dem er nicht mindestens einmal an Maria dachte. Das Schicksal hatte sich einen besonders grausamen Scherz mit ihm erlaubt. Der Schmerz war bereits da. Er bezahlte den Preis, ohne die Gegenleistung dafür bekommen zu haben. Wenn du ihn nicht jagst, ich tue es auf jeden Fall, sagte Abudun. Der Kerl hat nicht nur deine Familie ausgelöscht, er hat auch meine Männer getötet und mich betrogen. Warum gehst du dann nicht ohne mich? Weil ich es nicht kann, gestand Abudun unumwunden. Araber sind im Augenblick in eurem Land nicht sonderlich beliebt, weißt du? Ich brauche dich. Und du mich. Dann haben wir ein Problem, sagte André. Denn ich gehe ohne Frederik hier nicht weg. Wen nimmst du mehr, Delani? fragte Abudun. »Diesen Jungen oder das Mädchen? Weißt du was? Ich glaube, du weißt es selbst nicht. Oder ist es gar keine Liebe? Kann es sein, dass du dich nur für etwas bestrafen willst?« Andrei antwortete darauf nicht, aber für einen Moment hasste er Abudun dafür, dass er diese Frage gestellt hatte. Vielleicht, weil er tief in sich spürte, dass er recht hatte. Teppisch kam an diesem Tag nicht mehr zu ihnen. Dafür erschienen nach einiger Zeit mehrere Bedienstete, die ihnen Strohsäcke zum Schlafen und eine überraschend reichhaltige Mahlzeit brachten. Alle schienen mit Taubheit geschlagen zu sein, denn sie beantworteten keine ihrer Fragen und reagierten nicht einmal auf ihre Versuche, ein Gespräch zu beginnen. Der Tag ging zu Ende, ohne dass sie den Drachenritter oder einen seiner Krieger noch einmal gesehen hatten. Auch am nächsten Tag blieben sie allein. Sie durften ihr Quartier zwar nicht verlassen, aber da das einzige Fenster unmittelbar über dem Tor lag, blieb ihm nicht verborgen, dass in der Stadt ein reges Kommen und Gehen herrschte. Den ganzen Tag überstrebten Menschen in die Stadt, manche einzeln, zu Fuß oder in kleinen Gruppen, andere mit Pferdekarren oder Ochsen, auf die sie ihre hastig zusammengerafften Habseligkeiten gepackt hatten. Dieser Anblick erschreckte André, denn er machte ihm klar, was in der Stadt vorging. Petershausen wappnete sich für den Krieg. Die Menschen kamen nicht. Weil Markttag war oder ein Fest bevorstand, sie hatten ihre Höfe und Dörfer verlassen, weil sie vor einer Gefahr flohen, die noch nicht zu sehen war, aber fast greifbar in der Luft lag. Erst als sich die Sonne bereits wieder den Bergen im Westen entgegensenkte, bekamen sie Besuch. Es war jedoch nicht Teppisch, sondern Vlad. Er wirkte unausgeschlafen und übernächtigt, unter seinen Augen lagen dunkle Ringe und seine Hände zitterten leicht. Etwas war geschehen, das spürte Andrei. Dracul schickt mich, sagte er, ohne sich mit einer Begrüßung aufzuhalten. Ich soll ihn entschuldigen, er hätte gerne selbst mit euch gesprochen, aber er wurde aufgehalten. Er musste ein paar Leute hinrichten, nehme ich an, fragte Andrei. Selig ist im Anmarsch, sagte Vlad. Sein gesamtes Heer. Hierher? fragte Andrei zweifelnd. Mehr als dreitausend Mann, bestätigte Vlad. Teppisch und die anderen Ritter des Drachenordens waren fest davon überzeugt, dass sie Petershausen und Weix meiden würden, um sich unverzüglich mit dem Hauptherr zu vereinigen, das sich im Westen zum Angriff auf den ungarischen König Matthias Corvinius sammelt, aber seine Kundschafter berichten, dass sie auf direktem Weg hierher sind. Petershausen wird fallen und Burg Weix zweifellos auch. »Mir bricht das Herz«, sagte Abudun. Vlad sah ihn kurz und feindselig an, ohne jedoch auf seine Bemerkung einzugehen. Andrei sagte rasch, was hat er jetzt vor? Fürst Teppisch erörtert seine Pläne nicht mit mir, antwortete Vlad. Aber ihr könnt ihn selbst fragen. Ich bin zusammen mit zwanzig Männern hier, um euch abzuholen. Er will euch sehen. Was für eine Ehre, spöttelte Abodun. Ich nehme an, er braucht unsere Schwerter, um im Kampf gegen Seliks Truppen zu bestehen. Vlad warf ihm einen neuerlichen, noch zornigeren Blick zu, und Andrei spürte, wie schwer es ihm fiel, die Fassung zu wahren. Er sagte jedoch auch dieses Mal nichts, sondern drehte sich wieder ganz zu Andrej herum und griff unter sein Wams. Andrej stockte der Atem, als er sah, was Vlad darunter hervorzog. Er sagte: "Ich soll dir das geben", sagte Vlad. "Du wüsstest schon, was es bedeutet." Andrej griff mit zitternden Fingern nach dem Stück Tuch, das ihm Vlad hinhielt. Es bestand aus feinem dunkelblauem Linnen, das an einer Seite mit einer kunstvollen Goldborte verziert und offensichtlich aus einem größeren Stück herausgerissen worden war. Aus einem Kleid. Er kannte es. Es war das Kleid, das Maria in Konstanter getragen hatte, als. Er wagte nicht, den Gedanken zu Ende zu denken, sondern schloss die Faust um den Stofffetzen. Ich sehe, du weißt es, sagte Vlad. André sagte nichts, sondern starrte Vlad nur an, so sodass dieser fortfuhr. Gestern Nacht kamen Gäste auf Burg Weix. Ich nehme an, sie kamen ungefähr so freiwillig wie wir, vermutete Abodun. Diesmal antwortete Vlad. »Sie waren nicht in Ketten, wenn du das meinst«, sagte er, »aber ich hatte auch nicht das Gefühl, dass sie vollkommen freiwillig gekommen sind.« »Wie sahen sie aus?«, fragte Dun. »Zwei von ihnen müssen Ritter sein«, antwortete Vlad, »und der dritte wohl ein Geistlicher. Er ist krank, glaube ich. Er konnte nicht aus eigener Kraft gehen.« »Dominikus«, grollte Dun. Sein Gesicht verfinsterte sich, aber im nächsten Moment lachte er. »Scheinbar hat er sich mit dem Falschen eingelassen.« »Der Fuchs ist dem Wolf in die Falle gegangen.« »Und das Mädchen?«, fragte Andrei. Vlad hob abermals die Schultern. »Ich habe sie nur bei ihrer Ankunft gesehen,« sagte er. »Sie ist nicht verletzt, das ist alles, was ich euch sagen kann.« Er machte eine Kopfbewegung auf das blaue Tuch in Andrei's Hand. »Sie bedeutet dir etwas?« »Viel,« gestand Andrei, ohne auf Abuduns mahnenden Blick zu achten. »Aber ich frage mich, woher er das weiß?« »Das fragst du dich wirklich?«, sagte Abudun. Dein junger Freund redet eben gerne. Warum sollte er. Andrei sprach nicht weiter. Es war vollkommen sinnlos, das Gespräch fortzusetzen, und es spielte im Grunde auch gar keine Rolle. Jetzt nicht mehr. Das Stück blauen Tuches in seiner Hand änderte alles. Er steckte es ein und stand mit versteinertem Gesicht auf. Gehen wir. Sie hatten Mühe, die Stadt zu verlassen. André hatte bisher kaum etwas von Petershausen gesehen, aber er glaubte nicht, dass die Stadt mehr als drei oder vierhundert Einwohner hatte. Jetzt musste es die doppelte Anzahl von Menschen sein, die ihre Mauern füllte, und durch das wuchtige Tor drängten immer noch Flüchtlinge herein. Sie kamen ausnahmslos zu Fuß, denn vor dem Tor stand eine Truppe Bewaffneter, die die Menschen zwang, ihre Wagen stehen zu lassen und nur mit dem weiterzugehen, was sie auf dem Leib trugen. Ihre Wagen und Karren waren ein Stück vor der Stadt zu einem unregelmäßigen Karree zusammengestellt. André bemerkte etwas, das ihn keineswegs überraschte. Vielleicht dreißig oder vierzig von Tepeschs Männern waren offensichtlich dazu abgestellt, das zurückgelassene Hab und Gut der Flüchtlinge zu bewachen. Aber nicht wenige taten das Gegenteil. Sie plünderten. Es kam ihm grausam vor, dass man die Menschen, die bereits fast alles zurückgelassen hatten, was sie besaßen, nun auch noch zwang, diesen letzten kümmerlichen Rest herzugeben. Aber er sah auch ein, dass es keine andere Möglichkeit gab. Die Stadt platzte schon jetzt aus ihren Nähten. Auf den Wehrgängen und hinter den Zinnen der großen Türme gewahrte er nur wenige Wachen. Wenn Petershausen sich auf eine längere Belagerung vorbereitete, dann geschah dies nicht sehr durchdacht. „Wie groß ist Drakos her?“, wandte er sich an Vlad, während sie sich der kleinen Gruppe bewaffneter Reiter näherten, die in geringer Entfernung auf sie wartete. „Nicht allzu groß“, antwortete Vlad. „Vielleicht 150 Mann.“ der Rest sind einfache Soldaten, Söldner oder Bauern und Gefangene, die zum Dienst gezwungen worden sind. Er überlegte einen Moment. Alles in allem vielleicht gut fünfhundert Mann, möglicherweise auch siebenhundert, aber nicht mehr gegen 3000 kampferprobte Männer auf Seliks Seite. Abodun schüttelte den Kopf. Das ist Selbstmord. Du solltest niemals Menschen unterschätzen, die um ihr nacktes Leben kämpfen, sagte Vlad. Abodun nickte. Das tue ich nicht sagte er. Ich weiß, wozu sie fähig sind. Ich habe genug von ihnen getötet. Andre war erleichtert, dass sie mittlerweile die wartenden Pferde erreicht hatten und aufstiegen. Vlad hob die Hand zum Zeichen, dass sie aufbrechen sollten. Eine Geste, die Andre mehr über ihn sagte, als er vielleicht wusste. Sie kam zu selbstverständlich, zu schnell. Vlad war es gewohnt zu befehlen, und er war es gewohnt, dass seinen Befehlen Folge geleistet wurde. Der kleine Trupp setzte sich in Bewegung sicher nicht durch Zufall hielten die Reiter zwar einen deutlichen Abstand zu ihnen, gruppierten sich aber zu einem langgestreckten Oval, das sie von allen Seiten einschloss und so jeden Fluchtversuch unmöglich machte. Andre hatte auch nicht vor zu fliehen, er brannte darauf, Burg Weix und damit Fürst Heppisch zu sehen. Allerdings schlugen sie nicht den direkten Weg zur Burg des Drachenritters ein, sondern bewegten sich nach Osten. Sie ritten eine Weile in nordöstlicher Richtung, nicht allzu schnell, aber stetig und Kamenburg Weix in dieser Zeit nicht sichtbar näher, sondern bewegten sich fast parallel zu der düsteren Burg, die wie ein Bote aus einer fremden, unheimlichen Welt am Horizont aufragte. Andrei bedauerte es, Weix nicht genauer erkennen zu können. Ganz egal, wie lange es dauern würde, irgendwann würden sich Teppisch und er mit dem Schwert gegenüberstehen, und jedes Detail, das er über die Festung des Drachenritters in Erfahrung brachte, mochte über Leben oder Tod entscheiden. Aber zugleich war er auch beinahe erleichtert. Von Weix schien etwas düsteres auszugehen. Er konnte es nicht wirklich erfassen, aber es war da. Sie ritten einen sacht ansteigenden, aber langen Hang hinauf, und als sie seine Kuppe erreicht hatten und anhielten, lag Sultan Seliks Heerlager direkt unter ihnen. Andrej stockte der Atem, als er die ungeheure Masse aus Zelten, Männern und Tieren, zum größten Teil waren es Pferde, aber Andrej erblickte zu seiner Überraschung auch etliche Kamele unter sich sah. Sie waren noch Meilen entfernt, aber sicherlich mehr als dreitausend Mann. Er hatte noch nie so viele Menschen auf einmal gesehen. Hätte man ihm in diesem Moment erzählt, dass das Heer zehntausend Mann umfasste, er hätte es geglaubt. Vlad ließ ihm Zeit, das osmanische Heer zu betrachten. Dann berührte er seinen Arm und deutete in die entgegengesetzte Richtung. Andres Blick folgte der Geste. Tepeschs Heer lagerte auf der anderen Seite der flachen Hügelkette, kaum zwei Meilen von den Türken entfernt. Es mochten sechshundert Mann sein, aber gegen das türkische Heer wirkten sie hilflos. Soll ich die Türken allein angreifen oder reitest du mit mir? fragte Andrej spöttisch. Vlad warf ihm einen warnenden Blick zu, sagte aber nichts. Abodun fügte hinzu Gib mir Zeit, um auf die andere Seite zu gelangen. Du treibst sie vor dir her, und ich mache sie alle nieder. Ein interessanter Vorschlag, Heide, sagte eine Stimme hinter ihnen. Ich werde darüber nachdenken, falls mein eigener Plan fehlschlägt. Andrej drehte sich im Sattel herum und fuhr so heftig zusammen, dass sein Pferd scheute und nervös mit den Vorderhufen zu scharren begann. Teppesch war nur wenige Schritte hinter ihnen aufgetaucht. Andrej hatte seine Stimme erkannt, noch bevor er sich herumgedreht hatte, und blickte nun auf den Drachenritter in seiner blutroten Rüstung. Auch sein Pferd war auf die bizarre Art gepanzert und sah aus wie ein Fabelwesen. Teppisch hatte zusätzlich eine kurze Lanze im Steigbügel stecken, an der eine schwarze Flagge mit einem blutroten Drachen befestigt war. Andres' Erschrecken galt aber nicht Rakul. Es galt den beiden Rittern, die etwa zwanzig Meter hinter ihm aufgetaucht waren. Sie waren ebenso außergewöhnlich gekleidet wie Teppisch, aber nicht in Rot, sondern in blitzendes Gold gerüstet. Bieler und Körber. Die Handlanger von Vater Dominikus. Oh ja, yeah, sagte teppisch spöttisch, als er Andres Erschrecken bemerkte. Fast hätte ich es vergessen. Ich habe lieben Besuch mitgebracht. Ich war sicher, du würdest sie gerne begrüßen und ein wenig mit ihnen über alte Zeiten plaudern, aber leider ist der Augenblick dazu nicht besonders günstig. Zunächst muss ich einen Krieg gewinnen. André hörte kaum hin. Er starrte die beiden goldenen Ritter an. Sie hatten ihre Helme abgenommen und vor sich auf die Sättel gelegt. Andrej war es unmöglich, den Ausdruck auf ihren Gesichtern zu deuten. Er selbst empfand nichts als Hass, blindwütigen roten Hass, der ihn dazu bringen wollte, sich unverzüglich auf die beiden Ritter, die beiden Vampire, zu stürzen und ihnen das Herz aus den Leibern zu reißen. Ich sehe, du freust dich mindestens so sehr wie sie über das Wiedersehen, höhnte Teppisch. Andrej reagierte noch immer nicht. Er begann am ganzen Leib zu zittern. Die Heftigkeit seiner eigenen Reaktion überraschte ihn. Er hatte diesen beiden Männern den Tod geschworen, aber er hatte nicht gewusst, wie sehr er sie hasste. Sein Zorn grenzte an Raserei. Ihr wollt Selig angreifen? Fragte Abodun. Das ist im Allgemeinen der Zweck einer Armee, antwortete Dracul spöttisch, eine andere Armee anzugreifen bei einem so unterschiedlichen Größenverhältnis, das ist Wahnsinn. Die Größe der Armee bestimmt nicht immer den Ausgang der Schlacht", antwortete Tepesch. "Ich weiß nicht, warum ich dir meine Schlachtpläne offenlegen soll, aber bitte, Selig rechnet nicht mit einem Angriff. Du glaubst wirklich, er hätte deinen kleinen Aufmarsch nicht bemerkt? Seine Speer waren so nah, dass ich ihren Atem riechen konnte", antwortete Tepesch. "Aber er denkt wie du, dass wir es nicht wagen werden, ihn anzugreifen." Graf Ordeski wartet mit tausend Husaren einen Tagesritt westlich von hier, um sich mit uns zu verbünden und die Osmanen zu zerschmettern, bevor sie in Ungarn einfallen können. Selig wartet, dass wir dorthin reiten, um ihn mit vereinten Kräften zu schlagen. Außerdem sind die Musulmanen abergläubische Narren, die nicht bei Nacht kämpfen. Wir greifen bei Einbruch der Dunkelheit an, mit dem Vorteil der Überraschung auf unserer Seite. Und viel weniger Kriegern. Ich habe Verbündete. Mit denen Selig nicht rechnet. Teppisch drehte sich wieder zu Andrei um. Die habe ich doch, oder? Wenn ich dir sagen würde, dass du dich mit dem Teufel verbündet hast, würde dich das beeindrucken? Es fiel Andrei schwer, überhaupt zu sprechen. Sein Blick hing wie gebannt auf den Gesichtern der beiden Ritter. Er konnte nicht sagen, ob sie zornig, triumphierend oder hasserfüllt aussahen. Aber sie starrten ihn ebenso konzentriert an wie er sie. Die Wahl liegt bei dir, sagte Teppisch. Wir werden angreifen, spätestens wenn die Sonne untergeht. Es ist deine Entscheidung, ob sie an meiner Seite reiten oder ob du es tust. Er griff neben sich und löste ein Schwert vom Sattel, das Andrei als sein eigenes erkannte, als er es ihm hinhielt. Er rührte keinen Finger, um danach zu greifen. Was hast du mit Domenikus gemacht? fragte er, und und mit seiner entzückenden Begleitung? Er senkte das Schwert steckte es jedoch nicht ein, sondern legte es quer vor sich über den Sattel. Ihnen ist nichts geschehen, keine Sorge. Sie sind meine Gäste. Sie werden mit der gleichen Zuvorkommenheit behandelt wie dein junger Freund. Solange ich am Leben bin, heißt das. Sollte ich in der Schlacht fallen, sterben sie. Ebenso wie du und dein schwarzgesichtiger Freund. Er hob abermals das Schwert. Sollten wir aber siegen. Dann wäre es keine Frage, welcher Seite meine Sympathien gehören. Überdenke deine Entscheidung also gut. Geh zum Teufel, sagte Andrej, wie du willst. Teppesch befestigte Andres kostbares Aracenschwert wieder an seinem Sattel und wandte sich mit erhobener Stimme an die Krieger. Ihr bleibt hier und gebt auf sie acht. Sollte ich fallen, tötet ihr sie. Er riss sein Pferd herum und sprengte los. Neben Biele und Körber angekommen, blieb er noch einmal stehen und wechselte ein paar Worte mit ihnen. Dann setzten die zwei goldenen Reiter ihre Helme auf und sie galoppierten zu dritt weiter. War das klug? fragte Abudun. Er klang nicht ängstlich, aber deutlich besorgt. Nein, gestand Andrei, aber mit ihm zu gehen wäre ebenso dumm. Er reitet in den sicheren Tod. Er drehte sich halb im Sattel herum, um sich an Vlad zu wenden. Werden Sie es tun? Euch töten? Vlad hob die Schultern. Er lenkte sein Pferd näher heran und senkte die Stimme, damit die anderen seine Worte nicht hörten. Das kann ich nicht sagen. Dracul ist bei seinen Männern nicht beliebt, aber sie gehorchen seinen Befehlen. Auch wenn er tot ist? fragte Abu Dun. Vlad hob zur Antwort nur noch einmal die Schultern. Andrej hingegen war noch nicht endgültig davon überzeugt, dass Fürst Teppisch wirklich in den sicheren Tod tritt, wie Abu anzunehmen schien. Dracul mochte sein, was er wollte, er war kein Dummkopf, und er war kein Selbstmörder wenn er diesen irrsinnsangriff tatsächlich ausführte dann hatte er noch einen trumpf im ärmel wenn wir zu fliehen versuchen murmelte er wirst du uns helfen blatt sah ihn durchdringend an er antwortete nicht sie waren aus den sätteln gestiegen die männer die dracul zu ihrer bewachung dagelassen hatten hatten ein feuer entzündet denn mit dem hereinbrechenden abend wurde es rasch kühler Andre hatte zwei oder dreimal versucht, ein Gespräch mit den Männern in Gang zu bringen, aber sie waren nicht nur eine Antwort, sondern selbst seinen Blicken ausgewichen. Sie gaben sehr gut auf Abudun und ihn Acht. Der Pirat und er konnten sich zwar scheinbar frei in dem kleinen Lager bewegen, aber doch keinen Schritt tun, ohne dass mindestens drei der Männer diskret in ihrer Nähe waren. Am Anfang war Andrei ein wenig erstaunt über den vermeintlichen Leichtsinn in Sichtweite des osmanischen Heeres nicht nur ein Lager aufzuschlagen, sondern auch ein so weithin sichtbares Feuer zu entzünden. Aber dann erinnerte er sich an Drakuts Worte die Türken wussten längst, dass sie hier waren. Es schien sie nicht sonderlich zu stören und warum auch, sie fühlten sich vollkommen sicher. Fürst Teppisch hielt Wort. Kurz bevor die Sonne unterging, kam Bewegung in sein Heer. Die Männer stiegen auf ihre Pferde und gruppierten sich zu drei unregelmäßigen Trupps, die sich ohne weiteres Zögern in Gang setzten. Natürlich konnte das auch den Türken nicht verborgen bleiben, aber Andrei musste widerwillig zugeben, dass Dracul geschickt vorging. Das Heer näherte sich den Türken nicht direkt, sondern schlug einen Weg ein, der es, wenn auch gefährlich nah, am Heerlager der Türken vorbeiführen würde. Seddick Speer mussten annehmen, dass sie sich auf den Weg machten, um sich mit der wartenden Verstärkung im Westen zu vereinigen. Natürlich würden sie das nicht zulassen. Es war leichter, zwei Schwache als einen starken Gegner anzugreifen. Und Selig reagierte so, wie es Andrej an seiner Stelle ebenfalls getan hätte, was genau in Tepeschs Plan zu passen schien. Er ließ einen Teil seiner Reiter aufsitzen und das Lager verlassen, um Tepeschs Trost zu umgehen und ihm in die Flanke zu fallen. Dumm ist er nicht, sagte Abudun, der neben Andrej stand und wie er auf die Vorgänge im Tal hinabblickte. Es war ein fast unheimlicher Anblick. Sie sahen kaum mehr als ein großes, schwerfälliges Wogen und Gleiten, das sich in vollkommener Lautlosigkeit zu vollziehen schien. Andrei musste sich mit immer größerer Mühe in Erinnerung rufen, dass es nicht nur Schatten und zufällige Bewegungen waren, sondern Menschen, Menschen, die in wenigen Minuten aufeinanderprallen und sich gegenseitig töten würden. Sein Blick suchte Dracul und seine beiden unheimlichen Begleiter. Sie ritten an der Spitze des mittleren Zuges. Zwei goldene Funken, die selbst im rasch verblassenen Licht des Abends deutlich zu erkennen waren. Mühsam riss er sich von dem Anblick los. »Was?« »Teppisch«, erklärte Dun und machte eine entsprechende Geste. »Er ist nicht dumm. Er bringt Selig dazu, seine Kräfte aufzuspalten. Ich an seiner Stelle würde dasselbe tun. Ich verstehe nur nicht ganz, wieso Selig darauf hereinfällt.« »Er ist dort unten und wir hier oben«, sagte Vlad. »Er sieht nicht, was wir sehen.« wieder vergingen etliche Minuten, in denen sie dem Aufmarsch unter sich in gebanntem Schweigen zusahen. André sah nicht, welches Zeichen Dracul seinen Männern gab, aber die drei langen Reihen bisher eher gemächlich dahintrabender Reiter schwenkten plötzlich herum und wurden gleichzeitig schneller. Es war nicht mehr still. Aus dem Tal drang das Dröhnen hunderter eisenbeschlagener Hufe herauf, und André glaubte fast zu spüren, wie die Erde unter ihnen zu vibrieren begann. Das nur allmählich anschwellende, aber furchteinflößende Kriegsgeschrei aus Dutzenden von Kehlen drang an sein Ohr. Obwohl die Türken den feindlichen Heereszug genau beobachtet hatten, schien die Überraschung komplett zu sein. Die drei Abteilungen strebten keilförmig auf einen Punkt dicht innerhalb des türkischen Heerlagers zu, an dem sie sich vereinigen würden. Sie hatten den größten Teil ihres Weges bereits zurückgelegt, bevor ihre Gegner auch nur auf den Gedanken kamen, eine Verteidigung zu organisieren. Einige wenige Pfeile zischten den Angreifern entgegen, und ein paar trafen ihr Ziel, aber sie vermochten den Ansturm der Reiterarmee nicht zu verlangsamen, geschweige denn aufzuhalten. Tepeschs Heer krachte wie eine riesige stählerne Faust in das osmanische Lager und zerschmetterte die hastig aufgebaute Verteidigungslinie. Es ist trotzdem Wahnsinn, murmelte Abu Dun. Sie werden sie zwischen sich zermalmen. Er deutete nach Westen. Die türkischen Reiter hatten Halt gemacht, als sie bemerkten, was geschah. Sie würden nur wenige Minuten brauchen, um zurückzukehren und in den Kampf einzugreifen. Tepeschs Reiterei begann allmählich an Ausdauer zu verlieren. Die Spitze des wiedervereinten Heeres, angeführt von Dracul selbst und seinen beiden goldschimmernden Begleitern, hatte fast das Zentrum des türkischen Heerlagers erreicht, aber ihr Tempo sank mit jedem Schritt, den sie sich weiter auf das Herz des Lagers und damit Sultan Seliks Zelt zukämpften. Die stählerne Wand, die unaufhaltsam vorwärts stürmte und dabei alles niedermachte, was sich ihr in den Weg stellte, begann auseinanderzufallen. Statt eines einzigen gewaltigen Heranstürmens zerfiel die Schlacht in immer mehr einzelne kleine Kämpfe. Noch wichen die Verteidiger zurück, entsetzt von der Wucht des selbstmörderischen Angriffs, aber sie begannen ihre Fassung zurückzugewinnen. Irgendwann würde ihre schiere Übermacht die Entscheidung herbeiführen. Auch Dracul selbst und seine beiden Begleiter wurden immer heftiger attackiert. Sie hatten Seliks Zelt, das unschwer an seiner Größe und den zahlreichen bunten Wimpeln und Schilden zu erkennen war, fast erreicht. Andrei vermutete, dass Teppisch um jeden Preis den Sultan selbst in seine Gewalt zu bringen versuchte. Vielleicht hoffte er, die Schlacht auf diese Weise entscheiden zu können, bevor die türkische Verstärkung zu ihnen stoßen würde. Seliks Krieger kämpften jedoch mit Entschlossenheit und Mut, die ihresgleichen suchten. Viele wurden von den schwer gepanzerten Pferden einfach niedergeritten und unter ihren Hufen zermalmt, aber die Überlebenden kämpften nur umso verbissener. Noch wichen sie zurück, aber langsam kam der Rückzug zum Erlegen. Andrei sah von der Höhe ihres improvisierten Feldherrenhügels aus noch etwas, das täppisch von seiner Position dort unten aus verborgen bleiben musste. Das türkische Heer hatte begriffen, welche Gefahr seinem Anführer drohte. Aus allen Richtungen strömten Krieger herbei, um ihren Herrn zu beschützen. Was hat er vor? murmelte Abodun. Nicht mehr lange und sie werden einfach überrannt. Warte ab, sagte Vlad. André sah kurz und verwirrt in seine Richtung und er bemerkte dabei etwas, das ihn mit neuer Sorge erfüllte. Die meisten der Krieger in ihrer Nähe folgten der Schlacht ebenso gebannt wie Abodun und er. Denn auch, wenn sie nicht unmittelbar daran beteiligt waren, so entschied sich mit ihrem Ausgang doch auch ihr Schicksal. Etliche Krieger sahen immer wieder Dun und ihn an und ihre Hände lagen auf den Schwertgriffen. Seine Frage an Vlad, ob die Männer Drakuls Befehl auch ausführen würden, wenn ihr Herr vor ihren Augen fiel, schien damit beantwortet zu sein. Doch Drakul fiel nicht. Es waren die beiden goldenen Ritter, die die Entscheidung herbeiführten. Ihr Vormarsch war endgültig zum Stehen gekommen, sie kämpften gegen eine mindestens zehnfache Übermacht muselmanischer Soldaten, die sie nun ihrerseits einzukreisen begann. Die Hälfte der Reiter in Teppichs unmittelbarer Umgebung war bereits gefallen und die Überlebenden wurden einer nach dem anderen aus den Sätteln gerissen. Draculs Morgenstern und die Schwerter der beiden Goldenen wüteten fürchterlich unter den Angreifern, die gerade noch Verteidiger gewesen waren, aber ihre Zahl wuchs trotzdem unaufhaltsam. Auch die türkische Reiterei war mittlerweile zu ihnen gestoßen und fiel Teppischs Soldaten in den Rücken. Die bisher immer noch geordnete Schlachtreihe des Drachenritters begann zusammenzubrechen. In wenigen Augenblicken würden Seliks Krieger Dracul gefangen nehmen und damit den Kampf entscheiden. Da taten Bieler und Körber etwas scheinbar vollkommen Wahnsinniges. Die beiden goldenen Ritter schleuderten ihre Schilde davon und sprangen aus den Sätteln. Ihre gewaltigen Breitschwerter mit beiden Händen schwingend, schlugen und hackten sie sich eine blutige Bahn durch die Reihen der osmanischen Krieger. Ihre Hiebe waren so gewaltig, dass Schilde zerbarsten und Helme gespalten wurden. Die schiere Wut ihres Angriffs trieb die Verteidiger noch einmal ein Stück zurück. Trotzdem konnten sie das Blatt selbst auf diese Weise nicht mehr wenden. Wären sie normale Menschen gewesen, wären sie innerhalb weniger Augenblicke überwältigt und getötet worden. Aber sie waren Vampire. So gut wie unverwundbar und fast unbesiegbar. Sie wurden getroffen, einer von ihnen von einem Speer, der sich in seinen Rücken bohrte, der andere von gleich zwei Pfeilen, die aus unmittelbarer Nähe auf ihn abgefeuert worden waren und von denen einer seine Rüstung und einer seinen Hals durchbohrte. Die beiden Vampire wankten nicht einmal. Körber den Speer aus seinem Rücken und tötete wahllos den ihm am nächsten stehenden Krieger mit der Waffe, an deren Spitze noch sein eigenes Blut klebte während Bila die Pfeilspitze abbrach, die aus seinem Hals ragte und dann das Geschoss auf der anderen Seite herausriss. Eine hellrote Blutfontäne sprudelte aus seinem Hals und versiegte fast augenblicklich. Noch bevor er den Pfeil aus seiner Brust herausriss, tötete der goldene Ritter zwei weitere Türken mit einem einzigen wütenden Schwerthieb und auch die Klinge des anderen Vampirs hielt blutige Ernte unter den Muselmanen. Erneut wurden sie getroffen und erneut waren sie nicht aufzuhalten. Sondern töteten im Gegenteil die Krieger, die sie verletzt hatten. Unter den osmanischen Soldaten brach Panik aus, spätestens in dem Moment, in dem auch Tepesch aus dem Sattel sprang und mit fürchterlichen Hieben seines Morgensterns in den Kampf eingriff. Für die Türken musste es aussehen, als kämpften sie gegen den Leibhaftigen selbst, der gemeinsam mit zwei unverwundbaren Dämonen aus der Hölle emporgestiegen war. Mehr und mehr Osmanen warfen ihre Waffen weg und wandten sich in kopfloser Panik zur Flucht, aber Dracul und seine beiden Höllenkrieger kannten kein Erbarmen. Unterstützt von den wenigen Reitern, die ihnen geblieben waren, setzten sie ihnen nach und fielen über Selig und seine Leibgarde her. Es dauerte nur noch Augenblicke, bis der Heerführer der Muselmanen in ihrer Hand war. Das ist Selig, sagte Abudun, Ich erkenne ihn an dem albernen Turban. Ach, sagte André, ich dachte, du hättest mit dem Krieg nichts zu schaffen. Abu Dun grinste nur, wandte sich aber ohne eine Antwort wieder dem Geschehen unter ihnen zu. Die panische Flucht hielt an. Von Westen her rückte der osmanische Ersatz heran, aber außer Teppichs Reitern strömten ihnen nun immer mehr ihre eigenen Landsleute entgegen. Die Nachricht, daß der Teufel selbst unter sie gefahren war, machte in Windeseile die Runde. Das also war die tödliche Überraschung, die Teppich für Sellig bereitgehalten hatte, dachte Andrei. Bieler und Körber waren keineswegs zufällig verwundet worden. Sie hatten gewollt, dass das geschah, um Furcht und Entsetzen in die Herzen ihrer Feinde zu säen. Andrei war aber noch nicht ganz sicher, ob Teppischs Rechnung aufging. Immer mehr Türken ergriffen die Flucht, aber die Verstärkung rückte fast mit der gleichen Schnelligkeit heran. Aus schmerzhafter Erfahrung wusste Andrei, dass Schlachten nur zu oft eine eigene Gesetzmäßigkeit entwickelten, die jeden noch so genialen Plan zunichte machen konnten. Indessen kämpften sich immer mehr Reiter ihren Weg zu Seliks Zelt frei. Plötzlich waren es die Drachenritter, deren Hauptquartier sich im Herzen des türkischen Lagers befand und die von allen Seiten bedrängt wurden. Viele Osmanen befanden sich immer noch in panischer Flucht, aber der weitaus größere Teil drängte heraus und trieb Teppischs Reiter dabei vor sich her. Was tut er da? murmelte Abudun stirnrunzelnd. Andrei konnte nur mit den Schultern zucken. Dracul hatte den Mann mit dem auffällig bunten Turban niedergeschlagen, aber offensichtlich nicht getötet. Bieler und Körber hatten den Sultan an den Armen gepackt und hielten ihn nieder, während Rakul heftig mit beiden Armen gestikulierte und Befehle gab. Mit wenigen schnellen Bewegungen rissen sie Seliks Zelt nieder, bis nur noch der drei Meter hohe mittlere Pfahl stand. Vielleicht hatte Teppisch vor, sein Drachenbanner daran zu hissen. Das Zelt war auf einem kleinen Hügel errichtet, so dass die Flagge auf dem ganzen Schlachtfeld zu sehen gewesen wäre. Vielleicht auch Seliks Kopf, Falls Teppisch ihn enthaupten und darauf aufspießen ließ. Vielleicht aber auch. Nein, flüsterte Abodun. Das kann er nicht tun. Aber Teppisch tat es. Während er selbst und die beiden Vampire sellig niederdrückten, rissen einige seiner Krieger den Pfahl aus dem Boden und schleppten ihn heran. Andrej und die anderen sahen mit wachsendem Entsetzen zu, wie Teppisch selbst, wenn auch mit Hilfe einiger seiner Krieger, den Pfahl herumdrehte und sein blutiges Handwerk begann. Er hatte sich gefragt, wie lange eine solch grässliche Tat dauern würde und war überrascht, wie schnell es ging. Natürlich war es unmöglich, aber trotzdem bildete er sich ein, Selligs grässliche Schrei selbst über den Schlachten nahm hinweg zu hören. Binnen weniger Augenblicke wurde er gepfählt. Dann trugen die Krieger den Pfahl an seinen Platz zurück und richteten ihn wieder auf. Damit endete die Schlacht. Hatte vorher schon die Nachricht die Runde gemacht, daß der Teufel selbst auf Teppichseite Seite kämpfte, so erschütterte der Anblick ihres gepfählten Anführers die Krieger endgültig. Wer es bisher noch nicht getan hatte, der ließ spätestens jetzt von seinem Gegner ab und wandte sich zur Flucht. Es scheint, als könnten wir euch noch eine Weile am Leben lassen, sagte Vlad. Das ist gut. Ich hätte Dracul ungern eine Lüge aufgetischt, wieso ihr uns entkommen seid. Andrei war nicht ganz sicher, was er von diesen Worten halten sollte. Ohne dass er einen Grund benennen konnte, hatte Vlad eine Menge seiner Sympathien eingebüßt, seit sie ihr Lager auf dem Hügel aufgeschlagen hatten. In einem hatte er jedoch vollkommen recht. Der Kampf war vorbei. Das Töten würde noch eine Weile andauern, denn Tepeschs Reiter verfolgten nun die flüchtenden Osmanen. Tepesch hatte gewonnen. »Dieser Teufel«, murmelte Abudun. Seine Stimme war flach, fast ohne Ausdruck. Und André konnte das Entsetzen in seinem Blick verstehen. Ihm selbst erging es kaum anders. Innerhalb kürzester Zeit waren hunderte von Männern gestorben, und trotzdem entsetzte ihn der Anblick des gepfählten Heerführers wie kaum etwas anderes. Vielleicht war es auch etwas anderes. Teppisch hatte einfach darauf gebaut, dass die unglaubliche Brutalität dieses barbarischen Akts die Männer unter der Halbmondfahne so entsetzen würde, dass sie ihren Kampfwillen brach. Seine Rechnung war aufgegangen. »Wir sollten von hier verschwinden«, schlug Vlad vor. Er machte eine Geste ins Tal hinab. »Die Heiden sind zwar auf der Flucht, aber ich möchte ungern einem Trupp von ihnen begegnen, den vielleicht nach Rache dürstet.« »Dein Herr hat gesagt, wir sollen hier warten«, erinnerte Abudun. »Falsch«, verbesserte ihn Vlad. »Er hat gesagt, wir sollen hier warten, bis klar ist, ob wir mit oder ohne euch weiterreiten.« Er hob die Stimme. »Auf die Pferde!« und dann fügte er hinzu, schnell und so leise, dass nur Andrei ihn verstehen konnte, »Ihr müsst fliehen, aber wartet auf mein Zeichen. Wir treffen uns in der ausgebrannten Mühle am Fluss.« Sie saßen auf. In der gleichen Formation, in der sie schon hierher gekommen waren, ritten sie weiter und näherten sich dem Ort, an dem Sultan Seliks Heerlager gewesen war. Obwohl die Nacht schon lange hereingebrochen war, war er jetzt heller erleuchtet als zuvor. Die Kämpfe hatten aufgehört, aber Teppischs Soldaten waren dabei, das Lager zu plündern, und ganz offensichtlich hatten sie Befehl, alles zu zerstören, was sie nicht mitnehmen konnten. Andrej sah sich immer unruhiger um, je mehr sie sich dem Heerlager näherten. Das Tal hallte noch immer von Schreien, dem dumpfen Trommeln von Hufen und Waffengeklirr wieder. Drakuls Reiter machten unbarmherzig weiter Jagd auf die fliehenden Türken. Hätten sich die Musemanen gesammelt und ihre Kräfte zusammengetan, hätten sie Teppichs Heer auch jetzt noch mit Leichtigkeit besiegen können. Aber die Männer waren verstört und bis ins Mark erschüttert. Ein Zustand, in dem das Kräfteverhältnis kaum noch zählte. Sie mussten einen schmalen Bachlauf überqueren, als das geschah, worauf Vlad offensichtlich gewartet hatte. Aus der Dunkelheit stürmten mehrere Gestalten mit Turbanen, spitzen Helmen und runden Schilden heran. Viele der Krieger waren verletzt und ganz eindeutig auf der Flucht. Trotzdem kam es augenblicklich zum Kampf. Die Männer, die Dracul zu ihrer Bewachung abgestellt hatte, schienen geradezu begierig auf ein Gemetzel. Sie waren es, die die Türken angriffen, nicht umgekehrt. Vlad riss sein Pferd mit solchem Ungestüm herum, dass das Tier gegen das Andres prallte und sich mit einem erschrockenen Wiehern aufbäumte. Auch Andres Pferd scheute. Er hätte es ohne große Mühe wieder in seine Gewalt bringen können, aber er riss so hart an den Zügeln, dass sich das Tier nun ebenfalls aufbäumte und ihn abwarf. Noch während er stürzte, sah er, wie Abu Dun herumfuhr und den Krieger neben sich mit einem bloßen Fausthieb aus dem Sattel schleuderte. Dann fiel er ins Wasser, drehte sich herum und schwamm mit kraftvollen Zügen so schnell und weit, bis er das Gefühl hatte, seine Lungen müssten platzen. Er hatte sich nicht annähernd so weit entfernt, wie er gehofft hatte. Die Osmanen schienen unerwartet heftigen Widerstand zu leisten, möglicherweise hatten sie auch Verstärkung bekommen, denn er sah ein einziges Durcheinander kämpfender und miteinander ringender Gestalten. Vlad hatte sein Pferd wieder unter Kontrolle bekommen, doch genau in diesem Moment stürzte sich Abodun auf ihn und schlug ihn mit zwei, drei harten Hieben aus dem Sattel. Etwas schlug dicht neben ihm ins Wasser, vielleicht nur ein Stein oder von einem Pferdehuf aufgewirbelter Lehm, vielleicht aber auch eine Waffe, die auf ihn abgeschossen worden war. Er fuhr herum, hielt einen Moment vergeblich nach einem Angreifer-Ausschau und schwamm dann abermals unter Wasser weiter. Da er sich nun vollkommen auf das Schwimmen konzentrierte, legte er ein weitaus größeres Stück zurück, bevor ihn die Atemnot zwang, erneut aufzutauchen. An der Stelle, an der er ins Wasser gefallen war, war der Bach gut einen Meter tief, aber hier war er so seicht, dass seine Hände und Knie bereits den Boden berührten. Er stand auf, wartete noch einige Schritte durch das schlammige Wasser und ließ sich dann am Ufer schwer atmend auf Hände und Knie fallen. Der Kampf tobte immer noch. André war jetzt vielleicht 40 Meter entfernt, aber wenn einer der Männer auch nur einen zufälligen Blick in seine Richtung werfen würde, wäre er zu sehen gewesen. André kroch blindlings weiter, bis er einige Büsche erreichte, verbarg sich im Schutz des Unterholzes und ließ sich auf den Rücken rollen. Sein Atem ging pfeifend und die Luft brannte in seiner Kehle. Er war so erschöpft, als hätte er an der Schlacht teilgenommen und sie allein zu Ende geführt. Es verging nur wenige Minuten, da knackte es im Geäst hinter ihm und eine wohlbekannte Stimme sagte, Du hast wirklich Glück, Hexenmeister, dass ich auf deiner Seite stehe und dass ich weiß, dass es keinen Zweck hat, dir die Kehle durchzuschneiden. Was wahrscheinlich der einzige Grund ist, aus dem du auf meiner Seite stehst, knurrte Andrei. In Gedanken gab er Abudun allerdings Recht und erteilte sich selbst einen scharfen Verweis der pirat hatte sich an ihn herangeschlichen ohne dass er es gemerkt hatte möchtest du noch ein bisschen mit unseren neuen freunden plaudern oder verschwinden wir hier bevor sie merken dass ihnen etwas abhanden gekommen ist fragte abudun und wohin ich habe ja keine ahnung wo diese verfluchte mühle ist aber ich abudun lachte leise etliche zeit später erreichten sie die von unkraut und gebüsch überwucherte ruine in der abudun den von vlad vorgeschlagenen treffpunkt vermutete André war nicht einmal sicher, dass es sich um den richtigen Ort handelte, als sie über die zusammengestürzten Mauerreste kletterten und nach einem Platz Ausschau hielten, von dem aus sie die Umgebung im Auge behalten konnten, ohne selbst gesehen zu werden. Die Mühle war nicht in diesem Krieg zerstört worden, sondern vor sichtbar langer Zeit. Gebüsch, wildwucherndes Unkraut und sogar einige kleinere Bäume hatten ihre Wurzeln in die Mauerritzen und den vermodernden Holzboden gekrallt. »Das ist kein guter Treffpunkt.« Abu fasste in Worte, was Andrej fühlte. Wenn Sie anfangen, die Gegend nach Seliks Kriegern zu durchsuchen, werden Sie garantiert hierher kommen, falls es überhaupt der richtige Ort ist. Andrej sah sich voller Unbehagen um. Warum hast du Vlad niedergeschlagen? Es wäre nicht nötig gewesen, jedenfalls nicht so hart. Er braucht ein Alibi, um seinem Herrn glaubhaft zu machen, dass wir ihm auch wirklich entkommen sind, antwortete Abu Und falls mein Misstrauen gerechtfertigt ist und er uns belügt, dann hatte es verdient. Er blieb stehen und deutete nach links. Da scheint es nach unten zu gehen. Nicht zum ersten Mal musste Andrei Aboduns scharfe Augen bewundern. Er selbst erkannte dort, wo ihn die Hand des Piraten deutete, nur einen schwarzen Schlagschatten. Doch als sie sich näherten, wurde er tatsächlich der beiden oberen Stufen einer hölzernen Treppe gewahr, die in die Tiefe hinabführte. Als Abodun den Fuß darauf setzte, ächzten sie hörbar unter seinem Gewicht. Worauf wartest du, Hexenmeister? Fragte Abudun: Hast du Angst, dass uns dort unten ein Vampir erwartet? Er lachte über seinen eigenen Scherz und verschwand dann mit schnellen Schritten in der Tiefe. Nach einem Augenblick ertönte ein Splittern, dann ein polterndes Krachen, und im nächsten Moment hörte er Abudun in seiner Muttersprache fluchen. Bist du auf einen Vampir getreten? rief André belustigt. Oder war es nur ein Werwolf, den du aus seinem Winterschlaf geweckt hast? Komm herunter, Hexenmeister, und ich zeige es dir! schrie Abudun zurück. Und ich werde dir nicht sagen, wo die zerbrochene Stufe ist. André grinste und stieg, mit gesenktem Kopf und sehr viel vorsichtiger als der Sklavenhändler vor ihm, die steile Treppe hinab. Die Stufen ächzten, aber sie hielten. Als er beinahe unten angekommen war, stieß sein tastender Fuß ins Leere. Aber da er darauf vorbereitet gewesen war, verlor er nicht das Gleichgewicht, sondern fing sich wieder. Er erreichte das Ende der Treppe, blieb gebückt stehen und glaubte einen massigen Schatten links neben sich wahrzunehmen. Es war sehr dunkel. Durch die rechteckige Öffnung am oberen Ende der Treppe und die Ritzen der Fußbodenbretter, die nun die Decke über ihnen bildeten, sickerte graues Licht, aber es reichte kaum aus, um die Hand vor Augen zu erkennen. Andrei richtete sich auf und fluchte, als er mit dem Kopf gegen die niedrige Decke stieß und Staub in dicken Schwaden auf ihn herabrieselte. Aber Dun lachte schadenfroh. Ach, was ich dir sagen wollte, gib Acht, die Decke ist sehr niedrig. Nach einer Weile begann der Pirat lautstark in der Dunkelheit herumzustolpern und zu hantieren. Decken, sagte er plötzlich. Hier sind Decken, Wasser und etwas zu essen. Dein Freund hat gut vorgesorgt. André ging mit vorsichtigen kleinen Schritten in die Richtung, aus der Abuduns Stimme kam. Trotzdem stolperte er unentwegt über Unrat und Trümmer, die den Boden bedeckten, und stieß sich noch zweimal den Kopf an den niedrigen Deckenbalken, bevor er Abudun erreichte. Im hinteren Teil des Kellers war ein kleiner Bereich des Bodens von Unrat und Trümmern freigeräumt worden. Seine Augen hatten sich mittlerweile an das schwache Licht gewöhnt. Vlad hatte tatsächlich einen kleinen Stapel Decken sowie einen Beutel mit Lebensmitteln hier deponiert und dazu noch einen gefüllten Wasserschlauch. Wenn du nach Waffen suchst, muss ich dich enttäuschen, sagte Abudun. Soweit geht sein Vertrauen anscheinend nicht. Er setzte sich, und nach einem kurzen Augenblick ließ sich auch Andrei mit angezogenen Knien gegen die Wand neben ihm sinken. Sie bestand aus Lehm und war feucht und von fingerdünnen Wurzelsträngen durchzogen, die ihren Weg bis hier hinuntergefunden gefunden hatten. »Wunderbar«, höhnte Abodun, »was für ein Rattenloch.« »Es geht abwärts mit uns beiden, Hexenmeister.« »Worüber beschwerst du dich?«, fragte Andre. »Vor nicht allzu langer Zeit wärst du fast auf dem Grunde der Donau gelandet. Hier ist es wenigstens trocken.« »Und wir sind auf die Gnade eines Verräters angewiesen«, knurrte Abodun. Wir sitzen in einem fauligen Loch unter der Erde, ein wahnsinniger Foltermeister und Tyrann setzt vermutlich in diesem Moment ein Vermögen als Preis für unsere Köpfe aus, und. Oh ja, dort oben gibt es vermutlich im Umkreis von fünfzig Meilen niemanden, der nicht jedem arabischen Gesicht die Kehle aufschlitzen würde. Ähm, Habe ich noch irgendetwas vergessen? Du befindest dich in der Gesellschaft eines Vampirs, sagte Andrei Böse, und ich hatte schon ziemlich lange kein frisches Blut mehr. Fang dir eine Ratte, riet ihm Abu Dun. Du meinst, weil ihr Blut ohnehin besser wäre als deines? Abodun lachte, aber es klang nicht echt, und auch André gemahnte sich zur Disziplin und zog es vor, das Gespräch nicht fortzusetzen. Sie waren beide unruhig und gereizt. Ein einziges falsches Wort mochte genügen, um die Situation außer Kontrolle geraten zu lassen. Und was tun wir jetzt? fragte Abodun nach einer Weile. Ich meine, warten wir hier auf deinen Freund, den Zigeuner? Was sonst? Die Nacht ist noch lang. Antwortete Abudun. Bis es hell wird, könnten wir schon viele Meilen weit weg sein. Unsinn, sagte André. Wohin willst du gehen? Ich spreche gar nicht von mir, sondern von dir. Selbst wenn du Teppischs Leuten entkommst. Und dann? Ich bin hierher gekommen. Ich komme auch zurück, sagte Abudun. Ich traue diesem Blatt nicht. Und das solltest du auch nicht. Wer sagt, dass ich das tue? Darüber schien Abudun eine Weile nachdenken zu müssen, bevor er weitersprach. Ich habe gesehen, wie diese beiden Krieger gekämpft haben, sie waren schlimmer als die Teufel. Bist du auch in der Lage, so zu kämpfen? André hatte den Eindruck, dass er eigentlich etwas anderes hatte fragen wollen. Er antwortete ganz offen. Nein. Selbst er hatte bisher nicht einmal gewusst, dass es überhaupt möglich war. Auch er war schon oft verwundet worden und hatte sich wieder davon erholt, aber niemals so unglaublich schnell. Eine der beiden war von gleich zwei Pfeilen getroffen worden und es hatte ihn nicht einmal behindert. Trotzdem hast du einen der Ihren getötet, fuhr Abudun in nachdenklichem Ton fort. Sag, Hexenmeister, war es ein fairer Kampf? Das dachte ich bis jetzt, sagte Andrei. Das Thema war ihm unangenehm. Nach dem, was er während der Schlacht gesehen hatte, war er nicht mehr sicher. Mittlerweile denke ich fast, es war nur Glück. Glück. Abudun lachte hart. So etwas wie Glück gibt es nicht, Hexenmeister. Dann hatte er vielleicht einen schlechten Tag schnappte Andrei. Ich will nicht darüber reden. Aber das solltest du. Abodun sah ihn durchdringend an. Es war zu dunkel, als dass Andrei sein Gesicht erkennen konnte, aber er spürte seinen Blick. Irgendetwas stimmt hier nämlich nicht, weißt du? Ja, du redest zu viel. Abodun sagte nichts mehr, aber es war auch nicht nötig. Er hatte schon deutlich mehr gesagt, als Andrei hören wollte. Sie waren übereingekommen, bis zur Dämmerung zu warten und sich dann auf eigene Faust auf den Weg zu machen, sollte Vlad bis dahin nicht aufgetaucht sein. Aber sie mussten nicht so lange warten. Andrej schätzte, dass es auf Mitternacht zuging, als sie Schritte über sich hörten. Die altersschwachen Bodendielen knirschten, Staub rieselte zwischen ihnen hervor und markierte den Weg, den der Mann über ihnen nahm. Abudun spannte sich und wollte aufstehen, aber Andrej legte ihm rasch die Hand auf den Unterarm und drückte ihn zurück. Das ist Vlad. Wieso bist du da so sicher? Weil er allein kommt, antwortete andrej Außerdem spüre ich es. Die Schritte näherten sich der Treppe und wurden langsamer. Dann kam der Mann herunter. Er übersprang die untere zerbrochene Stufe, was bedeutete, dass er nicht zum ersten Mal hier unten war, und kam geduckt und mit schnellen Schritten näher. Ihr seid da, begann Vlad. Gut. Ich war nicht sicher, dass ihr es schafft. Er ließ sich zwischen andrej und abudun in die Hocke sinken und legte die Unterarme auf die Knie. »Was ist mit deinem Gesicht passiert?« fragte Abudun. »War ich das?« Der Roma hob die linke Hand und tastete mit spitzen Fingern über seine linke Wange. Sie war unförmig angeschwollen, seine Lippen aufgeplatzt und blutig verschorft. Sein linkes Auge würde spätestens morgen früh komplett zugeschwollen sein. Trotzdem lachte er. »So hart schlägst du nicht zu, Moor«, sagte er. »Das ist die Belohnung meines Herrn, dass ihr mir entkommen seid.« »Da fragt man sich doch, warum du noch lebst.« sagte Abudun langsam. Dracul war guter Dinge, antwortete Vlad. Er hat eine Schlacht gewonnen. Außerdem gibt es eine Menge Gefangener, um die er sich kümmern muss. Und ihr seid auch nicht mehr wichtig für ihn. Was meinst du damit? Er hätte euch so oder so töten lassen, antwortete Vlad. Er braucht dich nicht mehr, jetzt wo er die beiden goldenen Ritter hat. Er sah Andrej durchdringend an. Die beiden sind Vampire wie du. Hab ich recht? Aber sie sind trotzdem anders als du. Ich weiß nicht wie, aber sie sind anders. Böse. Worauf willst du hinaus? fragte André. Ihr seid hier nicht sicher, sagte Vlad. Ich kann euch in die Burg bringen, ihre Keller sind tief, und sie sind der letzte Ort, an dem Dracul nach euch suchen würde. André wollte antworten, aber Abudun kam ihm zuvor. Warum tust du das für uns, Vlad? Warum sollten wir dir trauen? Ich brauche eure Hilfe antwortete Vlad. Ich verstecke euch, ich sorge dafür, dass ihr lebt, und ich helfe euch, den Jungen zu befreien. Dafür müsst ihr Teppisch töten, bevor er so wird wie du, Andrej. So wie ein Vampir, sagte Vlad, unsterblich und unverwundbar. Er ist schon jetzt ein Ungeheuer, vor dem das Land zittert. Was glaubst du, würde geschehen, wenn er sich in ein Wesen verwandelt, das nicht zu verletzen ist und das den Tod nicht mehr zu fürchten braucht? Das war eine Vorstellung, die zu entsetzlich war, als dass Andrej dem Gedanken auch nur gestattet hätte, Gestalt anzunehmen. Trotzdem schüttelte er überzeugt den Kopf. Das ist vollkommen unmöglich, Vlad, sagte er. Wenn es das ist, was er will, dann lass ihn. Er würde nur den Tod dabei finden. Die Alten sagen etwas anderes, erwiderte Vlad. Ich kenne die Legenden. Ich weiß, was man über euch sagt. Es heißt, dass ein Mensch zum Vampir wird, wenn sich ihr Blut vermischt. Ich sagte doch, das ist vollkommen unmöglich", beharrte André. "Aber war es das wirklich?" Er musste daran denken, wie es gewesen war, als er Maltus getötet hatte, die Transformation. Es war seine erste Transformation gewesen, ein Erlebnis, das so grauenhaft und erschreckend gewesen war, dass er sich geschworen hatte, es nicht wiederzuerleben, erleben, auch wenn sich seine Lebensspanne damit auf die eines normalen sterblichen Menschen reduzierte. Er hatte Maltus Blut getrunken. Aber das war nur ein Symbol gewesen. Teil eines Rituals, das so alt war wie seine Rasse und dessen Ablauf er beherrschte, ohne es jemals zuvor kennengelernt zu haben. Aber für einen Moment war Malthus in ihm gewesen. Er hatte ihn gespürt, jenen körperlosen, brennenden Funken, den die Menschen Seele nannten. Und für einen noch kürzeren Moment wäre es beinahe Malthus gewesen, der ihn übermannte. Er hatte die abgrundtiefe Bosheit seiner Seele gefühlt, die Kraft der zahllosen Leben, die er genommen hatte, und im allerletzten Moment etwas, dessen wahre Bedeutung er vielleicht erst jetzt wirklich begriff Überraschung. Überraschung, Schrecken und einen Funken von Furcht, dem keine Zeit mehr blieb, zu einer Flamme zu werden. Was, dachte er, wenn er diesen Kampf verloren hätte? Hätte Malthus dann Gewalt über seine Seele erlangt? Wäre er zu Maltus geworden? Er wollte die Antwort auf diese Frage nicht wissen. Es spielte keine Rolle. Er würde nie wieder Blut trinken, weder das eines Menschen noch das eines anderen Vampirs. Sollte sein Leben nach fünfzig oder sechzig Jahren enden, er hatte nicht um diese Art von Unsterblichkeit gebeten. Nun, fragte Vlad. Er hatte lange Zeit geschwiegen und Andre nur angesehen, auch diesmal ganz so, als hätte er geahnt, was hinter Andrei's Stirn vorging. Und als wollte er ihm ausreichend Zeit geben, eine Entscheidung zu treffen. Vermutlich war es im Moment nicht sonderlich schwer, in seinem Gesicht zu lesen. Du solltest dich mit Abu zusammentun, Vlad, sagte Andrei Finster. Das heißt, du nimmst an, sagte Vlad. Er stand auf. Du tötest Tepes. Was du mit den beiden Goldenen machst, ist mir gleich, aber du tötest Dracul. Dafür bringe ich dich und den Jungen hier weg. Ja, sagte Andrei ihm war nicht wohl dabei. Er konnte nicht sagen warum, aber er hatte das Gefühl, einen wirklich schlechten Handel abgeschlossen zu haben. Trotzdem erhob er sich ebenfalls und streckte die Hand aus, um ihren Pakt zu besiegeln. Abudun fuhr mit einer schnellen Bewegung dazwischen. Nicht so rasch, sagte er. Vlad fuhr mit einem ärgerlichen Zischen herum. Was mischst du dich ein, Heide? Abudun schluckte die Beleidigung ohne irgendein äußeres Zeichen von Ärger herunter. Immerhin geht es auch um meinen Hals sagte er ruhig. Woher sollen wir wissen, dass du Wort hältst? Vielleicht allein deshalb, weil du diese Frage stellen kannst, Heide, sagte Vlad verächtlich. Ich habe mein Leben riskiert, um die Euren zu retten. Wenn du wissen willst, was Teppisch mit Verrätern macht, dann frag deinen Freund. Und wie willst du uns von ihr fortbringen? Abudun wirkte keineswegs überzeugt. Ich bin vielleicht der Letzte meiner Sippe, aber nicht der Letzte meines Volkes, antwortete Vlad. Es sind andere Roma in der Nähe. Jetzt, wo Seliks Herz zerschlagen ist, werden Sie nach Petershausen kommen. Ihr könnt euch ohne Probleme unter Sie mischen und mit Ihnen weiterziehen. Nicht einmal du würdest unter Ihnen auffallen, Mohr. Und Sie würden uns aufnehmen? Wenn ich Sie darum bitte, ja, antwortete Vlad. Er drehte sich wieder zu Andrej um. Dann sind wir uns einig. Diesmal hielt Abudun ihn nicht mehr zurück, als er Vlads ausgestreckte Hand ergriff. Burg Weix erhob sich wie ein Stück geronnener Schwärze gegen den Nachthimmel. Es war genau dieses Bild, das Andrej beim Anblick der Burg durch den Kopf schoss. Kein Vergleich wäre in diesem Moment treffender gewesen. Der massige Turm reckte sich scheinbar endlos hoch über ihnen in den Himmel, eingebettet in das kantige Muster der Nebengebäude und Mauern. Sie sahen nur Schwärze, flache Dunkelheit ohne Details und Tiefe, als hätte sich die Nacht vor ihnen zu substanzloser Materie zusammengeballt. André war nicht der Einzige, den der Anblick mit Unbehagen erfüllte. Auch Abodun war immer stiller geworden, je weiter sie sich Drakuls Burg näherten. Selbst die Pferde waren unruhig. Ihre Ohren zuckten nervös und manchmal tänzelten sie und versuchten auszubrechen, fast als spürten sie mit ihren feinen Instinkten eine Gefahr. Ab hier gehen wir besser zu Fuß weiter. Obwohl sie noch gute 500 Meter von der Burg entfernt sein mussten, hatte Vlad die Stimme zu einem Flüstern gesenkt. André versuchte seine düsteren Gedanken zu verscheuchen. An der Burg war nichts Übernatürliches und die Schatten ringsum waren nicht mehr als Schatten. Das einzige, wovor er sich in Acht nehmen musste, war seine eigene Fantasie, die ihn mit immer schlimmeren Trugbildern nahte. Sie hatten auf dem Weg hierher Dinge gesehen, die ihn noch immer verfolgten und es wahrscheinlich auch noch lange Zeit tun würden. Dracul's Heer hatte das türkische Lager vollkommen zerstört und er war auf der Jagd nach Überlebenden äußerst erbarmungslos gewesen. Nun beschäftigte sich das Heer auf seine ganz spezielle Art mit den Gefangenen. Trotz Flats Ankündigung ritten sie noch ein gutes Stück weiter, ehe der Roma ihnen endgültig das Zeichen zum Absitzen gab und sich als Erster aus dem Sattel schwang. Sie befanden sich auf der Rückseite der Burg. Der Wald, der ansonsten sorgsam gerodet worden war, um einem anrückenden Feind keine Deckung zu bieten, reichte an dieser Stelle bis auf knapp 50 Meter an die Festungsmauern heran, was einem potenziellen Angreifer aber keinen Vorteil brachte. Vor ihnen lagen nur die gewaltigen Mauern des Dojos, die massiv genug aussahen, um selbst einem Beschuss aus Kanonen standhalten zu können. Das Gelände war hier jedoch so unwegsam, dass Pferde kaum von der Stelle gekommen wären. Schweres Kriegsgerät auf diesem Weg herbeizuschaffen, war vollkommen unmöglich. Tepeschs Vorfahren, die diese Burg erbaut hatten, waren kluge Strategen gewesen. Vikes war nicht groß, aber ein Angreifer, der die Festung zu stürmen versuchte, würde auf zahlreiche Hindernisse stoßen. Wie kommen wir rein? fragte Abodun. Nachdem sie die Burg umgangen hatten, lag das Tor auf der anderen Seite und Abodun konnte sich wohl ebenso wenig wie Andre vorstellen, dass es irgendwo einen zweiten, weniger gut bewachten Eingang gab. Es gibt einen Geheimgang. Vlad zögerte fast unmerklich, bevor er diese Information preisgab. Einer von Tepeschs Ahnen hat ihn anlegen lassen, um die Burg im Falle einer Belagerung unbemerkt verlassen zu können. Er wurde nie benutzt, aber er existiert noch. Und du weißt davon? In Aboduns Stimme war wieder eine hörbare Spur von Misstrauen. „Ich bin Zigeuner“, antwortete Vlad verächtlich. „Verborgene Wege und Geheimgänge sind unsere Welt. Wie könnten wir sonst so gut vom Stehlen leben?“ Andrej brachte ihn mit einem mahnenden Blick zum verstummen. Vlad warf dem Piraten noch einen ärgerlichen Blick zu, drehte sich dann aber ohne ein weiteres Wort weg und begann sich suchend umzublicken. Nach nur wenigen Augenblicken ließ er sich vor einem Busch auf die Knie sinken und bog mit spitzen Fingern, die mit langen Dornen besetzten Zweige zur Seite. Hier ist der Einstieg. Der Gang ist nicht sehr hoch, ihr werdet kriechen müssen, aber er führt direkt in den Keller der Burg. Ihr? Fragte Abudun mit hochgezogenen Augenbrauen. Ich kann nicht mit euch kommen, sagte Vlad kopfschüttelnd. Teppich hat mir befohlen, in der Burg auf ihn zu warten. Ich muss vorsichtig sein. Er ist sowieso schon misstrauisch. Wohin genau führt dieser Gang? erkundigte sich André. Auch ihm war nicht wohl bei dem Gedanken nicht zu wissen, was auf sie wartete. In einen kleinen Raum, der schon seit vielen Jahren nicht mehr benutzt wird, antwortete Vlad. Wartet dort auf mich. Ich werde zu euch kommen, sobald es mir möglich ist. In einer Woche oder zwei vermute ich, sagte Abudun. Vlad ignorierte ihn. Teppisch wird müde sein, wenn er zurückkommt. Menschen zu Tode zu quälen ist ein sehr anstrengendes Geschäft. Ich komme zu euch, sobald er eingeschlafen ist. Zu dem Geheimgang gehört eine verborgene Treppe, die direkt in sein Schlafgemach hinaufführt. Ich zeige sie euch. Und jetzt geht, es wird bald hell. Für Andrei und Abodun wurde es zuerst einmal dunkel. Und zwar vollkommen. Sie kletterten ein gutes Stück über uralte eiserne Griffstücke, die in den Fels getrieben worden waren, in eine absolute Finsternis hinab. Dann erreichten sie den Gang, von dem Vlad gesprochen hatte. Andrei kam schon bald zu dem Schluss, dass Vlad zwar von diesem Gang wusste, ihn aber wahrscheinlich niemals benutzt hatte. Er war so niedrig, dass sie den größten Teil der Strecke kriechend zurücklegen mussten. Zweimal senkte sich die graue Decke so weit herab, dass André ernsthaft befürchtete, sie würden einfach stecken bleiben. Eine grässliche Vorstellung bei der sein Herz heftig zu schlagen begann. Abudun, der vorauskroch, fluchte fast ununterbrochen, so dass André sich sorgte, die Wache oben auf den Mauern könne ihn hören. Als die drückende Enge endlich wich und der nasse, raue Fels in behauenen Stein überging, wurde es kein bisschen heller. Trotzdem hatte André das Gefühl, endlich wieder frei atmen zu können. Die Luft war hier beinahe noch schlechter als in dem niedrigen Gang und sie stank zusätzlich nach Fäulnis und Mode als wäre etwas, oder jemand hier drin gestorben. Abudun stolperte eine Weile lautstark durch die Dunkelheit, wobei er ununterbrochen irgendetwas umzustoßen und zu zerbrechen schien. Dann knurrte er Die Tür ist verschlossen. Von außen. Was hast du erwartet? Andrei ließ sich mit unterschlagenen Beinen nieder und lehnte Rücken und Hinterkopf gegen den kalten Stein. Etwas Kleines mit vielen Beinen huschte über sein Gesicht, und er wischte es angeekelt fort. Nichts, murrte Abudun. Andre konnte hören, dass er sich ebenfalls setzte. Wahrscheinlich sollte ich froh sein, dass es überhaupt eine Tür gibt. Du traust Vlad immer noch nicht. Warum sollte ich? Bisher hat er stets Wort gehalten, erinnerte Andrei ihn. Ohne ihn wären wir wahrscheinlich gar nicht mehr am Leben. Zumindest nicht in Freiheit. Das ist es ja gerade, antwortete Abudun. Ich misstraue Leuten, die mir etwas schenken. Es erschien Andre viel zu mühsam, diesem Gedanken zu folgen. Er war müde. Wie lange war es her, dass er das letzte Mal geschlafen hatte? Er schlief ein. Als er wieder erwachte mit leichten Kopfschmerzen, einem schlechten Geschmack im Mund und einem Gefühl wie Blei in den Gliedern, spürte er, dass lange Zeit vergangen war. Er war nicht von selbst erwacht, sondern vom Poltern eines schweren Riegels hochgeschreckt worden. Noch bevor die Tür geöffnet wurde und flackerndes Licht hereinfiel, glitt seine Hand dorthin, wo er normalerweise das Schwert getragen hätte. Das rote Licht einer Fackel ließ ihn blinzeln. Vlad trat durch die Tür. Er kam nicht ganz herein, sondern ließ das rechte Bein und den Arm, der die Fackel hielt, draußen auf dem Gang. Mit der anderen Hand gestikulierte er unwirsch in ihre Richtung. Kommt, sagte er. Schnell, wir müssen uns beeilen. Andrei und Abudun standen gehorsam auf, aber Andrei musste einen hastigen Schritt zur Seite machen, um seine Balance zu halten. Er war so benommen, als hätte er Ewigkeiten geschlafen. Warum so eilig? fragte Abudun. Bis jetzt hattest du doch auch Zeit. Vor allem nicht so laut, sagte Vlad. Man könnte uns hören. Dun zog eine Grimasse. Wer? Ich denke, es kommt nie jemand hier herunter. Teppich ist zurück, antwortete Vlad. Es sind eine Menge Gäste auf der Burg. Nicht, alle sind freiwillig hier. Die Kerker quellen über. Es könnte sein, dass dieser Raum gebraucht wird. Folgt mir. Und keinen laut. Er gab ihnen auch gar keine Gelegenheit, noch eine weitere Frage zu stellen, sondern trat rasch wieder auf den Gang hinaus. Und entfernte sich. André und Abodun mussten ihm folgen, wollten sie nicht in der Dunkelheit zurückbleiben. Soweit es die tanzenden Schatten und das flackernde rote Licht zuließen, sahen sie sich neugierig um. Sehr viel gab es allerdings nicht zu entdecken. Der Gang war schmal und aus Feldstein zusammengefügt. Die gewölbte Decke war so niedrig, dass Vlatz Fackel schwarze Rußspuren darauf hinterließ. Zwei weitere Türen zweigten davon ab, beide äußerst massiv, aber geschlossen, so dass sie nicht sehen konnten, was dahinter lag. Vlad blieb stehen, als sie die Treppe erreichten und winkte mit seiner Fackel. Dort oben liegen die Kerker, sagte er. Als ich gekommen bin, war keine Wache da, aber man kann nie wissen. Seid vorsichtig. Sie gingen die Treppe hinauf, eine eng gewendelte, steinerne Schnecke, die sicher sechs oder sieben Meter weit nach oben führte, ehe sie in einen weiteren, aber ungleich größeren Kellerraum mündete. Der Keller ähnelte dem Sklavenquartier auf Aboduns Schiff. Es war ein einziger großer Raum, der von deckenhohen Gitterstäben in zahlreiche kleine Käfige unterteilt wurde, zwischen denen nur ein schmaler Gang hindurchführte. In jedem dieser Käfige befanden sich mindestens zwei Gefangene, ausnahmslos türkische Krieger. Viele waren verletzt, ohne dass sich jemand die Mühe gemacht hätte, ihre Wunden zu verbinden. Ein furchtbarer Gestank hing in der Luft, Stöhnen, Murmeln, auch etwas wie ein leises Schluchzen. Einige der Gefangenen schienen zu beten, und nicht wenige sahen hoch und blickten in ihre Richtung, aber niemand sprach sie an. Vlad griff plötzlich nach Abuduns Arm und stieß ihn so grob vor sich her, dass er um ein Haar gestürzt wäre. Der Pirat spannte sich und Andrei hielt erschrocken die Luft an, als er sah, wie sich sein Gesicht vor Hass verzerrte. Aber dann entdeckten sie den Posten, der auf einen Speer gestützt vor der Tür am anderen Ende des Ganges stand und neugierig in ihre Richtung sah. Beweg dich, Heide! herrschte Vlad ihn an. Und hab keine Angst, diese Verließe sind nicht für dich. Mit dir hab ich etwas ganz Besonderes vor. Abodun machte eine Bewegung, wie um sich zu widersetzen, und Andrej trat rasch an Vlads Seite und nahm eine drohende Haltung an. Der Posten am Ende des Ganges blickte jetzt sehr aufmerksam in ihre Richtung. Gib auf ihn acht, sagte Vlad in seine Richtung gewandt. Er darf nicht verletzt werden. Wir wollen uns doch den besten Spaß nicht verderben. Er machte eine drohende Bewegung mit der Fackel in Abuduns Richtung. Hätte der Pirat nicht rasch den Kopf zur Seite gedreht, hätten die Flammen zweifellos sein Gesicht versenkt. Abudun starrte Vlad noch einen Herzschlag lang wütend an, dann fuhr er herum und setzte sich in Bewegung. André atmete auf, aber ihm war auch klar, dass die Gefahr noch nicht vorüber war. Der Wächter hatte Vlad eindeutig erkannt und sah ihm respektvoll entgegen. André hoffte, dass er sich nicht fragte, warum sein Begleiter eigentlich keine Waffe trug und ihr riesenhaft gebauter Gefangener nicht einmal gefesselt war. Sie kam an einem Gitterkäfig vorbei, der weitaus größer als die anderen Verschläge war. Es befanden sich keine Gefangenen darin, aber er enthielt eine Streckbank, Becken mit erkalteten Kohlen und noch zahlreiche andere Folterwerkzeuge. Es war nicht die erste Folterkammer, die André sah. Wohl aber das erste Mal, dass er einen solchen Raum inmitten der Gefangenenquartiere erblickte. Teppisch wollte, dass die Gefangenen sahen, was hier getan wurde, um sich noch zusätzlich an ihrer Angst weiden zu können. Seine Sorge, was den Wächter anging, erwies sich als unbegründet. Der Mann sah sie zwar sehr aufmerksam und aus wachen Augen an, trat aber gehorsam zur Seite, als Vlad eine befehlende Geste machte. Sie traten aus dem Verlies in einen weiteren Gang, der nach zwanzig Schritten vor einer steilen Treppe endete. An ihrem oberen Ende schimmerte blasses Licht. André erwartete, dass Vlad unverzüglich die Treppe ansteuern würde oder vielleicht auch die Türen, die rechts und links abzweigten, doch stattdessen blieb er stehen und sagte laut: "Wache!" Der Mann, an dem sie gerade vorbeigegangen waren, folgte ihnen. Er wollte eine Frage stellen, aber Vlad kam ihm zuvor. "Halt das", sagte er und hielt ihm die Fackel hin. Der Mann griff gehorsam zu, und Vlad zog mit einer fast gemächlichen Bewegung einen Dolch aus dem Gürtel und schnitt ihm die Kehle durch. Allah! entfuhr es Abudun. Warum hast du das getan? Die Wache sank röchelnd gegen die Wand, ließ die Fackel fallen und schlug beide Hände gegen den Hals. Vlad fing die Fackel auf, sah aber zu, wie der sterbende Mann in die Knie brach und dann zur Seite kippte. Aber warum? fragte nun auch Andrej. Statt zu antworten drehte sich Vlad zu Abudun herum, und hielt ihm die Fackel hin. Halt das. abudun riss die Augen auf. Er rührte keinen Finger, um nach der Fackel zu greifen. Und nach einem Moment drehte sich Vlad herum und hielt Andre die Fackel entgegen. Andre nahm sie entgegen, und Vlad bückte sich, griff unter die Arme des Toten und schleifte ihn in den Keller zurück. Er legte ihn so neben der Tür ab, dass er nicht sofort zu sehen war, wenn jemand hereinkam, und nahm ihm das Schwert ab. Als er zurückkam, Tauschte er die Waffe gegen die Fackel, die André in der Hand hielt. Ich habe dich gefragt, warum du das getan hast, herrschte André ihn an. Er hielt das Schwert noch in der Hand. Das war unnötig. Nein, das war es nicht, antwortete Vlad. Helf mir. Er trat an die Wand heran, tastete einen Moment mit spitzen Fingern darüber und winkte dann auffordernd. Sie stemmten sich zu Dritt gegen die Wand. André spürte ein Zittern. Dann hörten sie das Scharren von Stein auf Stein und ein schmaler Teil der Wand drehte sich um seine Mittelachse und gab einen Spalt frei, durch den sich ein breit gebauter Mann wie Abudun nur mit Mühe hindurchzwingen konnte. Vlad leuchtete mit der Fackel hinein und sie erkannten eine schmale Wendeltreppe, die steil nach oben führte, der geheime Weg in Tepeschs Schlafgemach. Er hätte uns aufgehalten, sagte Vlad, obwohl eine Erklärung mittlerweile fast überflüssig war. Andrej steckte das Schwert ein, und trat als erster durch den Spalt. Die Luft dort war so trocken, dass sie zum Husten reizte. Sie roch alt, und auf den steinernen Stufen lag eine mindestens fünf Zentimeter dicke Staubschicht. Hier war seit einem Menschenalter niemand mehr gewesen. Vlad und Abudun folgten Andrei und schlossen die Tür. Die Fackel begann zu flackern. Trotz der schlechten Luft wirkte der Treppenschacht wie ein Kamin. Es war kalt. »Dracul Schlafgemach liegt oben«, sagte Vlad. Die Treppe führt direkt dorthin. Wenn wir angekommen sind, muss alles sehr schnell gehen. Wenn er auch nur einen Schrei ausstoßen kann, ist es vorbei. Waren? Fragte Abudun. Flatt schüttelte den Kopf. Dracul traut niemandem. Er würde keinen Mann mit einer Waffe in seiner Nähe dulden, solange er schläft. Mit Ausnahme deiner Brüder. Die beiden Vampire. Sie sind nicht meine Brüder, sagte Andrei scharf. Nennen Sie wie du willst sagte Vlad gleichmütig. »Ihr Zimmer liegt jedenfalls auf dem gleichen Flur. Wenn Teppisch um Hilfe schreit...« Er hob die Schultern. »Du hast selbst gesagt, dass du ihnen an Stärke nicht ebenbürtig bist.« »Nicht beiden zugleich,« berichtigte Andrei. »Ein Grund mehr, schnell zu sein. Wir gehen hinein, du tötest ihn, und wir gehen wieder hinaus.« »Wenn es so einfach ist,« fragte Abudun, »warum hast du es dann nicht schon längst selbst getan?« »Wir fliehen auf demselben Weg,« fuhr Vlad mit einem Blick in Abuduns Richtung, aber ohne ihm zu antworten fort. Falls sie den toten Wachmann bis dahin nicht gefunden haben. Kaum, antwortete Vlad. Die Wachablösung ist gerade erst vorbei. Niemand kommt freiwillig dort hinunter. Er machte eine ungeduldige Bewegung mit der Fackel. Kommt jetzt. Nicht so schnell, sagte Abudun. Die Gefangenen. Unmöglich, sagte Vlad erschrocken. Es sind mehr als zweihundert. Du bräuchtest einen Tag, um sie durch den Geheimgang nach draußen zu schaffen. Und durch das Tor geht es nicht. Im Hof der Burg lagern über hundert bewaffnete Krieger. Er zögerte einen Moment und fügte dann in schärferem Ton hinzu. Wir sind nicht hierher gekommen, um deine Landsleute zu befreien, Muselman. Sie sind immer noch unsere Feinde. Du, er hat recht, Abodun, sagte Andrei rasch. Aber ihnen wird nichts geschehen. Wenn Teppisch tot ist, werden sie als Kriegsgefangene behandelt. Das ist doch so, Vlad, oder? Vlad nickte ein wenig zu schnell. Sie ging weiter. Die Treppe endete vor einer schmalen hölzernen Tür. Vlad bedeutete ihnen, still zu sein. Er wies auf ein schmales Guckloch, das in der Tür angebracht war. Andrei ließ sich auf die Knie sinken und spähte hindurch. Dahinter lag ein unerwartet geräumiges, nur von einigen Kerzen erhelltes Zimmer. Sein Bett liegt auf der rechten Seite gleich neben der Tür, flüsterte Vlad. Wenn du schnell genug bist, wird er nicht einmal spüren, was geschieht. Andrej zog sein Schwert aus dem Gürtel. Frederik, flüsterte er. Er schläft im Nebenzimmer. Vlad klang ungeduldig. Sobald alles vorüber ist, können wir ihn holen. Ich werde Teppisch nicht im Schlaf erschlagen, Vlad, sagte Andrej. Ich töte ihn aber auf meine Weise. Ich bin kein Mörder. Du Narr, zischte Vlad. Willst du uns alle? Andrej hörte nicht mehr zu. Er machte sich nicht die Mühe, nach dem Griff zu suchen, sondern sprengte die Tür mit der Schulter auf und stürmte in den Raum. Nur ein Stück neben der Tür, die von dieser Seite aus nicht zu sehen, sondern Teil einer hölzernen Wandtäfelung war, stand ein übergroßes Bett mit einem gewaltigen reich verzierten Baldachin und geschnitzten Säulen. Tepe lag darin, aber er schlief keineswegs, wie Vlad behauptet hatte, sondern saß gemütlich an zwei große seidene Kissen gelehnt und hielt einen goldenen Trinkbecher in der Hand. Er wirkte kein bisschen überrascht. „Das hat aber gedauert“, sagte er Stirnrunzelnd. Ich fing schon an zu befürchten, du hättest es dir anders überlegt. André war verwirrt. Tepesch hatte ihn erwartet. Er hatte seinen bizarren Helm abgesetzt und neben sich aufs Bett gelegt, trug aber ansonsten noch immer seine Rüstung, bis hin zu den dornenbesetzten Handschuhen. Was, was hat das zu bedeuten? fragte André. Zuerst einmal, dass ich mich freue zu sehen, dass du meine Gastfreundschaft offensichtlich hoch zu schätzen weißt, André Delany antwortete Teppisch. »Sonst wärst du ja wohl kaum freiwillig zurückgekommen, oder?« Er stand auf. Es klirrte, als er die Beine aus dem Bett schwang und sich aufrichtete. Andrei drehte sich ganz langsam herum. Vlad und Abudun hatten hinter ihm den Raum betreten. Abudun wirkte alarmiert, während auf Vlads Gesicht nicht die mindeste Regung zu erkennen war. »Warum?« fragte Andrei leise. Bevor Vlad antworten konnte, tat Teppisch es. Du tust ihm Unrecht, Elani, er hat dich nicht verraten. André sah ihn zweifelnd an, aber Teppisch wiederholte sein Kopfschütteln und wandte sich direkt an Vlad. Wie lange bist du jetzt bei mir, mein Freund? Drei Jahre, fünf? Wie auch immer, glaubst du wirklich, ich hätte nicht gewusst, dass in dieser Zeit nicht ein Tag vergangen ist, an dem du mir nicht den Tod gewünscht hast? Ich wusste, dass du der Versuchung nicht würdest widerstehen können. Und du hast trotzdem in Ruhe abgewartet, dass er mich hierher bringt? André hob sein Schwert. Das war sehr dumm, Teppisch. Ich werde dich töten. Er begann um das Bett herumzugehen und Teppisch stellte endlich den Trinkbecher aus der Hand und zog stattdessen sein Schwert, wich aber gleichzeitig um einige schnelle Schritte vor ihm zurück. Hast du Angst, Drakul? Andre lachte böse. Der Herr der Schmerzen, der Drache, hat Angst? Nein, antwortete Teppisch. Nur scheint mir der Kampf ein wenig unfair. Ich kann dich nicht besiegen, ich habe nichts gegen einen Kampf, aber dann sollte er auch wirklich fair sein. Andrej sah eine Bewegung aus den Augenwinkeln, wirbelte herum und erstarrte für eine Sekunde vor Schrecken. Wie aus dem Nichts war eine riesige Gestalt in einem golden schimmernden Brustharnisch hinter ihm erschienen. Körper. Ihr hattet recht, Fürst, sagte der Vampir an Teppich gewandt aber ohne André auch nur einen Sekundenbruchteil aus den Augen zu lassen. »Er war tatsächlich dumm genug, hierher zu kommen.« André bewegte sich vorsichtig ein paar Schritte rückwärts und versuchte, Teppisch und Körber dabei gleichzeitig im Auge zu behalten. Teppisch folgte ihm, wenn auch langsam und in respektvoller Distanz, aber Körber rührte sich nicht von der Stelle. »Ich pflege mein Versprechen normalerweise zu halten,« sagte Dracul. »So oder so.« er griff so schnell an, dass es ihm um ein Haar gelungen wäre, André zu überrumpeln. Erst im letzten Moment brachte er sein Schwert hoch, parierte den Angriff des Drachenritters und schlug blitzschnell zurück. Er traf sogar, aber seine Waffe prallte funkensprühen von der Rüstung des Ritters ab. Die pure Wucht des Schlages ließ Dracul zurücktaumeln, aber er war nicht verletzt. André wirbelte herum, sein Schwert vollzog die Bewegung am Ende eines glitzernden tödlichen Dreiviertelkreises nach und kam nur eine Handbreit vor Körbers Gesicht zum Stillstand. Der Vampir hatte den Moment der Unaufmerksamkeit genutzt und stürmte heran. Kein anderer Gegner hätte schnell genug reagiert, um sich nicht selbst an Andres Klinge aufzuspießen. Aber Körber schaffte es, sich mitten in der Bewegung zu stoppen. Er hätte fast das Gleichgewicht verloren, prallte gegen die Wand und rollte sich blitzschnell zur Seite. Andreas Schwert schlug Funken in die Wand neben seinem Gesicht. Körber warf sich mit einem Keuchen noch einmal herum und verlor endgültig die Balance. Er fiel nicht, sank aber auf die Knie und war für einen Moment hilflos. Andrej setzte ihm nach, rammte ihm das Knie ins Gesicht und registrierte voll grimmiger Befriedigung das spritzende Blut als Körpers Nase brach. Der Vampir mochte nahezu unsterblich sein, aber er war weder immun gegen Schmerz noch gegen die Gesetze der Physik. Er schrie auf, sein Hinterkopf prallte mit einem trockenen Laut gegen die Wand und für eine kurze Zeit war er so benommen, dass er das Schwert sinken ließ. Andrei sprang rasch einen halben Schritt zurück und hob sein Schwert, um den Vampir zu enthaupten, aber ein dünner, blendengreller Schmerz bohrte sich zwischen seine Schulterblätter in seinen Rücken und ließ ihn vor Qual aufschreien. Haltlos taumelte er gegen die Wand, glitt daran herab und drehte sich halb herum. Er ahnte die Bewegung mehr, als er sie sah, warf instinktiv den Kopf zur Seite und die tödlichen Dornen auf Tepeschs Handschuhen, die diesmal nach seinen Augen zielten, rissen nur seine Schläfe auf. André griff instinktiv zu, verdrehte Drakuls Arm und stieß ihn von sich. Einer der schrecklichen Dornen durchstieß seine Hand und peinigte ihn mit einem weiteren lodernden Schmerz, aber er ignorierte ihn und stieß Teppisch mit so großer Wucht von sich, dass er noch zwei Schritte haltlos rückwärts taumelte und dann mit einem gewaltigen Scheppern zu Boden fiel. Noch bevor er sich wieder hochstemmen konnte, waren Dun und Vlad über ihm. André blieb keine Zeit, den Kampf zu verfolgen. Körber hatte die winzige Atempause genutzt, um wieder auf die Beine zu kommen und seine Waffe aufzunehmen. André hatte in den nächsten Sekunden genug damit zu tun, dem Hagel von Hieben und Stichen auszuweichen, den der Vampir auf ihn niederprasseln ließ. Mit zwei fast ungezielten, aber wuchtigen Schlägen verschaffte er sich Luft, sprang ein paar Schritte zurück und suchte mit gespreizten Beinen nach festem Stand. Körber verzichtete jedoch darauf, ihm sofort nachzusetzen, sondern blieb stehen und schien sich zu sammeln. Bei jedem anderen Gegner wäre Andrej jetzt sicher gewesen, dass dieser einen unverzeihlichen Fehler begangen hatte, nicht so bei Körber. Andres Arme und Schultermuskeln schmerzten noch immer. Körbers Schläge waren unglaublich hart gewesen. Der Vampir war viel stärker als er und er erholte sich auch deutlich schneller. Die Wunde in Andres Gesicht hatte sich schon wieder geschlossen, aber seine Hand blutete noch immer. Körbers zertrümmerte Nase war bereits wieder unversehrt. Der Vampir schien über ungleich größere Kraftreserven zu verfügen. Spätestens in diesem Moment begriff Andrej, dass er den Kampf verlieren würde. Er konnte es in Körbers Augen lesen. Der Vampir war stärker als er, schneller, er war der bessere Schwertkämpfer und er war ungleich erfahrener. Und das entsetzlichste von allem war vielleicht diese Erkenntnis. Er würde den Kampf selbst dann verlieren, wenn er ihn gewann. Er sah eine Bewegung aus den Augenwinkeln und hörte einen Schrei und das helle Klirren von aufeinanderprallendem Metall. Vlad oder Abudun, vielleicht auch beide, die mit Teppich kämpften. Andrei widerstand dem Impuls, auch nur einen Blick in ihre Richtung zu werfen, aber schon die winzige Ablenkung, die dieser bloße Gedanke bedeutete, schien Körper zu genügen, um sich einen Vorteil auszurechnen. Möglicherweise zu Recht. André sah den Angriff kommen, reagierte auf die Art, die ihm bei einem so starken und erfahrenen Gegner wie Körber angemessen schien. Er versuchte nicht seinen Hieb aufzufangen oder auch nur zu parieren, sondern tänzelte leichtfüßig zur Seite und hob sein Schwert gerade weit genug, um Körbers Klinge an seiner eigenen entlang gleiten zu lassen, sodass die immense Kraft seines Hiebes einfach verpuffte. Im letzten Moment machte er eine kreiselnde Bewegung mit dem Schwert, die Körber eigentlich die Gewalt über sein Schwert verlieren lassen und ihm das Schwert aus der Hand prellen sollte. Körber schien jedoch auch dies vorausgesehen zu haben, denn er konterte mit einer ähnlichen, aber viel komplizierteren und schnelleren Bewegung, und plötzlich war es André, der darum kämpfen musste, nicht entwaffnet zu werden. Mit einem fast schon verzweifelten Satz brachte er sich in Sicherheit, konnte aber nicht verhindern, dass Körber ihm eine lange, heftig blutende Schnittwunde am Unterarm beibrachte. Mit einem zweiten Schritt bewegte er sich voll ins Außerreichweite des Vampirs und wechselte das Schwert für einen Moment von der rechten in die linke Hand. Er kämpfte mit links beinahe ebenso gut wie mit rechts. Die Wunde in seinem Arm verheilt bereits. Trotzdem war es ein weiterer, wenn auch vielleicht nur winziger Vorteil für Körper. Aber der Unsterbliche verzichtete darauf, ihn auszunutzen. Er trat ganz im Gegenteil zurück, senkte seine Waffe und wartete, bis sich der tiefe Schnitt in Andres Arm geschlossen hatte. Dann nickte er und machte eine auffordernde Geste. Es dauerte einen Moment, bis Andrei ihre Bedeutung begriff. Körper wollte, dass er das Schwert wieder in die Rechte wechselte. Der Vampir hatte seine Fähigkeiten bisher nur getestet und war sich nun seiner Überlegenheit sicher. Er spielte mit ihm. Der Gedanke versetzte Andrej in schiere Raserei. Er musste sich mit aller Gewalt beherrschen, um sich nicht einfach auf Körper zu werfen, was seinen sicheren Tod bedeutet hätte. Wenn er überhaupt eine Chance hatte, diesen uralten, so unendlich viel erfahreneren Krieger zu besiegen, dann nur, wenn er die Nerven behielt und auf eine Schwäche in seiner Verteidigung oder eine Unaufmerksamkeit hoffte. Körber offerierte ihm weder das eine noch das andere. Er griff wieder an, beschränkte sich aber diesmal auf wenige blitzartige Attacken, die André zu einem weiteren hektischen Rückzug zwangen, ihn aber nicht ernsthaft in Gefahr brachten. André wich weiter vor ihm zurück, brachte mit Glück selbst einen Treffer an und sah voller kalten Entsetzens, dass sich die Wunde wieder schloss, noch bevor Körber ganz zurückgesprungen war. Körber konterte mit einer doppelten, blitzartig geführten Schlagkombination gegen seinen Kopf und seine Schultern, die André zwar abfangen konnte, ohne verletzt zu werden, die aber neue Wellen von dumpf pulsierendem Schmerz durch seinen Arm und die Schultermuskeln sandte. Es fiel ihm immer schwerer, das Schwert zu heben. Seine Kräfte erlahmten jetzt rasch, während Körber auf unheimliche Weise beinahe Kraft aus jedem wuchtigen Hieb zu gewinnen schien, den er nach ihm führte. Der Vampir zermürbte ihn langsam und gnadenlos, aber unaufhaltsam. Der Moment war abzusehen, in dem einer seiner mörderischen Schläge sein Ziel treffen würde. Er kam schneller, als er gefürchtet hatte. Körber täuschte einen weiteren Angriff vor und andrej wich zurück, um ihn in eine Falle stolpern zu lassen. Statt seinen Angriff im allerletzten Moment abzubrechen, um Andrejs Parade ins Leere gehen zu lassen und ihn somit zum Opfer seiner eigenen Bewegung zu machen, womit Andrei gerechnet hatte, verdoppelte Körber seine Wucht noch. Andrej der bereits in einer fließenden Rückzugsbewegung begriffen war, hatte keine Chance. Er wurde gegen die Wand geworfen. Körbers Schwertknauf traf seine Waffenhand und brach sie, so dass er das Schwert fallen ließ. Die gepanzerte linke Hand des Ritters kam hoch, krachte unter sein Kinn und schmetterte seinen Hinterkopf mit solcher Wucht gegen die Wand, dass ihm übel wurde. Das war das Ende. Seine Beine gaben nach, hilflos sank er in die Knie. Körber ließ los, stieß Andreas Schwert mit einem Fußtritt beiseite und versetzte ihm aus der gleichen Bewegung heraus einen fürchterlichen Tritt in die Rippen, der ihm endgültig den Atem nahm. Dann warf er sich auf ihn. Körbers Knie krachten in Andres ohnehin gebrochene Rippen und verstärkten den Schmerz. Seine Zähne gruben sich in Andres Kehle, rissen sein Fleisch auf und suchten nach seiner Halsschlagader. Andre bäumte sich auf und versuchte mit verzweifelter Anstrengung, den Vampir von sich herunterzustoßen, aber seine Kraft reichte nicht aus. Körbers Zähne zerfetzten seinen Hals, und André spürte, wie sein Blut und noch etwas anderes. Unsichtbares, Verborgenes aus ihm herausgerissen wurde. Für einen zeitlosen, durch und durch grauenhaften Moment hatte er das Gefühl, nicht mehr in seinem eigenen Körper zu sein, sondern durch eine schwarze Unendlichkeit geschleudert zu werden, die von den Schreien tausend gepeinigter Seelen erfüllt war. Dann griff eine unsichtbare, grausam starke Hand nach ihm und zerrte ihn zurück, aber nicht in seinen eigenen Körper, sondern Körper bäumte sich auf. Seine Lippen waren plötzlich nicht mehr an Andres Kehle. Er wankte, kippte zur Seite und stieß einen sonderbaren gurgelnden Schrei aus, während er seine Hände gegen den Hals schlug. Zwischen seinen Fingern ragte die blutige Spitze eines Dolches hervor, den ihm Vlad in den Nacken gestoßen hatte. Andrej wollte sich aufrichten, er mußte es. Vlads Eingreifen hatte ihm eine winzige Gnadenfrist verschafft, aber mehr nicht. Nicht einmal diese furchtbare Verletzung würde Körper töten. Er hatte gesehen, wie unvorstellbar schnell sich der Vampir von Verletzungen erholte. Aber auch er war verwundet und Körber hatte ihm mehr gestohlen als ein wenig Blut. Er war schwach, unglaublich schwach. Körber versuchte mit den Händen in seinen Nacken zu greifen, um den Dolch herauszuziehen, aber Vlad nahm ihm die Arbeit ab. Er riss den Dolch heraus, stieß Körber die Waffe zwischen die Schulterblätter und warf den Vampir zu Boden. Dann war er mit einem Sprung über Andrei und zerrte ihn hoch. André wusste nicht, was er vorhatte. Er versuchte ganz instinktiv, sich zu wehren, aber seine Kraft reichte nicht einmal aus, um diesen normalen Sterblichen davonzustoßen. Vlad zerrte ihn herum, warf ihn über Körber und presste sein Gesicht auf Körbers Hals. Trink, befahl er. Trink, oder du stirbst. Willst du das? André versuchte mit aller Gewalt, sich zu wehren, nicht nur gegen Vlads Griff, sondern vielmehr gegen die dunkle Gier, die in ihm erwachte kaum dass der erste Blutstropfen seine Lippen benetzt hatte. Es gelang ihm nicht. Vlads Griff war erbarmungslos, und die Gier explodierte zu einem lodernden Höllenfeuer, das seinen Willen einfach beiseite fegte. Warmes, nach bitterem Kupfer schmeckendes Blut füllte seinen Mund, und dann war da noch etwas anderes. Es war nicht wie damals bei Malthus. Es war nicht wie gerade bei ihm. Körper war da, aber er musste ihn nicht aus seinem Leib herausreißen, das Wesen des Vampirs stürmte heran, seine Erinnerungen, seine Gedanken, seine Seele und all seine dunklen Gelüste und Wünsche, jede Sekunde seines schon Jahrhunderte währenden Lebens, eine schwarze Flamme, die sich in seine Seele brannte und alles, was Andrei einmal gewesen war, auszulöschen drohte. Er hatte geglaubt, Maltus zu überwinden wäre schwer gewesen, aber Körper war unendlich viel älter, und tausendmal stärker. Der Geist des Vampirs bedrängte ihn ebenso unerbittlich, wie es sein Körper gerade getan hatte. Der Kampf war nicht minder hart und er dauerte länger. Andre verlor sein Zeitgefühl. Irgendwann spürte er, wie Körpers Leib unter ihm erschlaffte und das körperliche Leben aus ihm wich. Sein Körper war tot. Aber der Geist des Vampirs existierte weiter und nun begann das Ring um den Besitz des einzigen Leibes, den sie noch hatten. André schrie. Er krümmte sich am Boden, schlug mit Armen und Beinen um sich. Die Transformation fand statt, aber für lange, lange Zeit war nicht abzusehen, wer wen in sich aufsog. Und schließlich war es vorbei. Körpers Geist bäumte sich noch einmal auf und verging. Die schwarze Flamme erlosch und zurück blieb nur eine gewaltige, saugende Leere, in die André hineinzustürzen drohte. Aber zugleich... Fühlte er sich auch von einer neuen, nie gekannten Kraft durchströmt. Körper war vergangen, aber trotzdem noch da, tief in ihm, zu einem Teil von ihm selbst geworden. Langsam richtete André sich auf und hob die Hände vors Gesicht, um sie zu betrachten. Er wäre nicht erstaunt gewesen, statt seiner eigenen schlanken Finger nun die viel kräftigeren, plumpen Hände Körbers zu sehen. Aber sie hatten sich nicht verändert. Neben ihm erscholl ein ungläubiger Laut. André wandte den Kopf, sah in Vlads Gesicht und begriff, dass der Ausdruck puren Entsetzens in den Augen des Roma nicht ihm galt. Er sah in dieselbe Richtung. Körper. Verfiel. Die Wunde in seinem Hals hatte sich wieder geschlossen, als erinnere sich sein Körper selbst nach seinem Tod noch an die unheimlichen Fähigkeiten, die er einst besessen hatte, aber seine Haut begann zu vergeben. Sie wurde trocken, bekam Risse und sank ein, als sich auch das darunterliegende Fleisch aufzulösen begann. André war entsetzt, aber auch verwirrt. Als Malthus gestorben war, war das nicht geschehen. »Großer Gott«, flüsterte Vlad erschüttert, »er muss Jahrhunderte alt gewesen sein.« Vlad sah André durchdringend an, und dann bückte er sich blitzschnell nach dem Schwert, das Körper fallen gelassen hatte. Doch bevor André wirklich begriff, was er tat, hatte er die Waffe aufgehoben und setzte ihre Spitze auf Andres Herz. »Was, was tust du?«, fragte André verwirrt. Ich schneide dir das Herz aus dem Leib, wenn du auch nur mit der Wimper zuckst, antwortete Vlad drohend. Vergangene Nacht, wo seid ihr gewesen? Wo habt ihr euch versteckt? In einer Ruine, antwortete Andrej verständnislos. Das weißt du doch. Wo genau? Der Druck der Schwertspitze auf sein Herz verstärkte sich. Schnell Andrej warf einen Blick in Abuduns Richtung. Der Pirat stand breitbeinig über Teppich, der reglos und mit ausgebreiteten Armen auf dem Boden lag. Abudun hatte ihn mit seinem eigenen Morgenstern niedergeschlagen. Er hielt die Waffe in der linken Hand und sah Andrej aus misstrauisch zusammengekniffenen Augen an. Nicht sehr freundlich. Also gut, sagte Andrej. In einer alten Mühle im Keller. Abudun ist die Treppe heruntergefallen. Was zum Teufel soll das? Die beiden letzten Worte hatte er fast geschrien. Weder Vlad noch Abudun zeigten sich davon sonderlich beeindruckt. Das Schwert blieb auf seinem Herzen. Auf meinem Schiff, sagte Abudun. Ich habe dich kampfunfähig gemacht. Wie? Mein Rücken antwortete Andre, du hast mir das Kreuz gebrochen. Aber du nickte fast unmerklich in Vlads Richtung. Der Roma trat zurück, senkte das Schwert und atmete hörbar erleichtert auf. Darf ich jetzt aufstehen oder werde ich geköpft? fragte André böse. Verzeih, sagte Vlad, aber wir mussten sicher gehen, dass du auch wirklich du bist. Er lächelte nervös. Ich glaube, du bist es. Ich hoffe es wenigstens. André stand auf. Eine Weile war ich nicht sicher, ob ich ihn überwinden kann. Er war furchtbar stark. Schaudernd sah er noch einmal auf Körbers Leiche hinab oder auf das, was davon noch übrig war, wenig mehr als ein Skelett, an dem noch einige pergamenttrockene Hautfetzen hingen. Wie hast du das gemeint? Er muss Jahrhunderte alt gewesen sein, fragte er. Die Natur hat sich zurückgeholt, was schwarze Magie ihr jahrhundertelang vorenthalten hat, antwortete Vlad. Andrej spürte, dass das die Wahrheit war. Körper war einfach gealtert, in wenigen Sekunden um die ungezählten Jahre, die er der Natur zuvor abgetrotzt hatte. Malthus mußte wesentlich jünger gewesen sein, ein Vampir zwar, der aber trotzdem erst eine normale menschliche Lebensspanne hinter sich hatte. Er hob sein Schwert auf und schob es in den Gürtel, bevor er sich zu Vlad herumdrehte. Du weißt eine Menge über... Vampire? Dämonen? Über mich! Vlad lächelte auf eine sonderbar wissende Art. Ich sagte dir, ich kenne all die alten Legenden, aber ich habe etwas derartiges noch nie mit eigenen Augen gesehen. Und? fragte Andrei. Habe ich den Test bestanden? Die Legenden erzählen auch von Unsterblichen, die nicht böse sind, fuhr Vlad unbeeindruckt fort. Woher sollte ich wissen, zu welcher Art du gehörst? Andrei hätte viel dazu sagen können, aber er tat es nicht. Er ging zu Teppisch, drehte ihn auf den Rücken und schlug ihm zwei-, dreimal mit der flachen Hand ins Gesicht bis der Drachenritter stöhnend die Augen öffnete. Abudun ließ den Morgenstern fallen, zerrte Tepes hoch und drehte ihm den Arm auf den Rücken, aber nicht, ohne ihn vorher der schrecklichen Dornhandschuhe beraubt zu haben. Tepes keuchte vor Schmerz, aber der einzige Ausdruck, den Andrei in seinen Augen las, war purer Hass. »Ihr kommt nicht davon«, sagte er gepresst. »Ihr werdet alle sterben. Ich werde mir für euch eine ganz besondere...« Er brach mit einem Schrei ab, als Abudun seinen Arm noch weiter verdrehte. »Frederick!« herrschte Andrei ihn an. »Wo ist er?« »Von mir. Erfahrt ihr nichts?« antwortete Teppisch. »Das ist nicht notwendig«, sagte Vlad. »Ich kann euch hinführen.« »Hast du Mitleid mit ihm?« fragte Abudun. »Nein, aber wir haben keine Zeit. Töte ihn meinetwegen, aber tu es schnell.« Er machte eine entsprechende Kopfbewegung. »Der Junge muss in einem der benachbarten Zimmer sein. Alle seine Gäste sind hier oben untergebracht.« »Fessle ihn.« Andrei gab Abudun einen Wink. Der Pirat hielt Teppesch ohne Mühe mit nur einer Hand fest und riss mit der anderen einen Stoffstreifen aus Draculs Bettwäsche, mit dem er seine Handgelenke auf dem Rücken zusammenband. Teppesch' Gesicht war grau vor Schmerz, aber er verbiss sich jeden laut. Mit einem zweiten, etwas kürzeren Streifen knebelte Abudun ihn, dann versetzte er ihm einen Stoß, der ihn nach vorne stolpern und auf die Knie fallen ließ. »Warum tötest du ihn nicht?« fragte Vlad. »Sind wir nicht deshalb hergekommen?« »Später«, antwortete André, »erst holen wir Frederik.« Blatt sah nicht überzeugt aus, aber er beließ es bei einem ärgerlichen Blick, packte Dracul bei den gefesselten Händen und stieß ihn grob vor sich her zur Tür. Aber Dun blieb, wo er war. Blatt und sein Gefangener hatten die Tür erreicht. Während er Teppich grob gegen die Wand presste, zog er mit der linken Hand den Riegel zurück und öffnete die Tür. Draußen lag ein schmaler, nur von einer einzelnen Fackel erhellter Gang. Er war menschenleer. Andre war erstaunt, aber auch alarmiert. Der Kampf zwischen Körber und ihm war alles andere als leise gewesen. Die Wände waren zwar sehr dick, aber die Schreie und das Klirren des aufeinanderprallenden Stahls mußten selbst unten auf dem Burghof noch deutlich zu hören gewesen sein. Die zweite Tür, flüsterte Vlad. Andrej nickte nur, sah sich noch einmal um, machte einen weiteren Schritt und blieb abermals stehen, um sich diesmal ganz herumzudrehen. Was ist los? fragte Vlad beunruhigt. Statt zu antworten, machte Andrej nur eine Kopfbewegung in das Zimmer hinter sich. Es war leer, Abudun war verschwunden. "Dieser Narr", zischte Vlad, "er wird sich und alle, die er befreien will, umbringen. Draußen wimmelt es von Soldaten." Andrej befürchtete, dass er recht hatte. Nach dem, was er unten im Kerker gesehen hatte, konnte er Abudun durchaus verstehen, aber es blieb Wahnsinn. Selbst wenn es ihm gelang, gute zweihundert Mann, von denen noch dazu etliche schwer verwundet waren, durch den Geheimgang aus der Burg zu schaffen, wohin sollte er sie bringen? Tepesh's Soldaten machten gnadenlos Jagd auf jedes dunkle Gesicht, das sie sahen, und das nächste osmanische Heer war weit weg. Er wird das schon schaffen, sagte er. Es war vollkommen sinnlos, Abudun zu folgen. Selbst wenn er ihn eingeholt hätte, wäre es vermutlich unmöglich, ihn von seinem Vorhaben abzubringen. Andre war mittlerweile sicher, dass der Pirat den Plan im gleichen Moment gefasst hatte, in dem er Draculs Folterkeller das erste Mal betreten hatte. Zuversicht! Vlad schürzte die Lippen. »Davon könnten wir auch ein wenig gebrauchen, scheint mir.« Vlad schob Teppisch wie ein lebendes Schutzschild vor sich her, wobei er ihn mit einem Dolch antrieb, dessen Spitze er durch einen schmalen Spalt in seiner Panzerung geschoben hatte. Andrei hoffte, dass Vlad nicht ein wenig zu fest zustieß. Er war noch immer nicht bereit, einen Menschen kaltblütig zu ermorden, nicht einmal ein solches Monster wie Dracul. Es mochte durchaus sein, dass sie ihn noch brauchten, wollten sie lebend hier herauskommen. Sie erreichten die Tür, die Vlad bezeichnet hatte. André drehte sich noch einmal um und lauschte. Er hörte nichts und er sah nichts. Sie waren allein, aber es roch geradezu nach einer Falle. André schob seine Bedenken beiseite, öffnete die Tür und erkannte, dass er recht gehabt hatte. Frederik saß auf einem niedrigen Stuhl unter dem Fenster und sah ihn aus starren Augen an. Seine Arme und Beine waren an die Lehnen gefesselt und er trug einen Knebel im Mund. Der ihn wahrscheinlich nur daran hindern sollte, Andrei eine Warnung zuzurufen. Bieler, der letzte der drei Unsterblichen, die in Vater Dominikus Dienst gestanden hatten, stand hoch aufgerichtet hinter ihm, und Vater Domenikus selbst saß in einem hochlehnigen Sessel und funkelte Andrei zornig an. Auch er war gefesselt. Ein grober Strick um seine Taille verhinderte, dass er aus dem Stuhl fiel. Die Verletzung, die Frederik ihm in Konstant zugefügt hatte, hatte ihn gezeichnet. Es erschien Andrei wie ein Wunder, dass er überhaupt noch lebte. Im Raum waren außer ihnen acht Armbrustschützen, die mit ihren Waffen auf Andrei zielten. Vielleicht hätte er es trotzdem riskiert, sich zurückzuwerfen und eine Flucht zu versuchen, selbst auf die Gefahr hin von einigen der Geschossen getroffen zu werden. Doch in diesem Moment traten Vlad und Tepes hinter ihm ein. Andrei stolperte einen weiteren Schritt in den Raum hinein. Einer der Armbrustschützen verlor die Nerven und feuerte seine Waffe ab, ohne jedoch zu treffen der bolzen fuhr mit einem dumpfen laut unmittelbar neben andres schulter in den türrahmen doch vater dominikus riß die hand in die höhe und dröhnte scharf nein die übrigen männer schossen nicht aber ihre finger blieben auf den abzügen während ihr kamerad hastig seine waffe nachlud andrei erstarrte dominikus beugte sich in seinem stuhl vor soweit es der strick um seine taille zuließ das ist sehr klug von dir sagte er ich weiß wie schnell du bist aber wie du siehst Beschützt mich nicht nur Gott, der Herr, sondern auch eine Anzahl tapferer Männer, sei versichert, dass sie wissen, was sie zu tun haben. Er starrte André an und wartete ganz offensichtlich auf eine Antwort. André tat ihm den Gefallen nicht, aber er erwiderte Dominikus' Blick so fest, wie er konnte. domenikos Augen flammten vor Hass, aber das war längst nicht alles, was André darin las. Viel stärker war die Verbitterung und ein Zorn, der mindestens so groß war wie sein Hass. Domenikos Gesicht war von tiefen Linien zerfurcht, die Schmerz und Krankheit darin hinterlassen hatten. Seine Haut hatte einen ungesunden, teigigen Glanz. Der Mann litt schlimmer als Andre sich vielleicht vorstellen konnte. Du schweigst, fuhr Dominikus fort. Es klang ein bisschen enttäuscht. Schließlich stemmte sich der Kirchenfürst in die Höhe, wobei er nur die Arme zur Hilfe nahm. Ihr hattet recht, Fürst, fuhr er in verändertem Ton und nicht mehr an Andre gewandt fort. Ich muss wohl Abbitte leisten, daß ich an eurer Einschätzung gezweifelt habe. Ich hätte nicht gedacht, daß ihr imstande wäre, Körper zu besiegen. Ich erkenne einen Krieger, wenn ich ihn sehe. Vlad trat einen Schritt zur Seite, durchtrennte Tepeschs Handfesseln mit einem schnellen Schnitt und bewegte sich hastig weiter, als ihm klar wurde, daß er in direkter Schusslinie eines der Armbrustbolzen stand. Vlad, murmelte André, du bist Fürst, Wladimir Teppisch, der dritte Drakulär sagte Vlad mit einer spöttischen Verbeugung. Teppisch, der Falsche, riss mit einer zornigen Bewegung den Knebel herunter, holte aus und schlug André den Handrücken ins Gesicht. Vlad, sagte Vlad Drakul scharf, du wirst Gelegenheit bekommen, dir Genugtuung zu verschaffen, aber nicht jetzt! Er machte eine befehlende Geste. Geh und suche nach diesem Sklavenjäger, bevor er noch Schaden anrichtet. Der falsche Drachenritter fuhr herum und verschwand. Teppisch sah ihm kopfschüttelnd nach. Dann streckte er den Arm aus und nahm Andrej das Schwert aus den Händen. Du gestattest. Ich habe schließlich gesehen, was du damit anzurichten vermagst. Andrej ließ es widerstandslos geschehen. Er hätte Teppisch selbst jetzt noch töten können, aber das hätte sein sofortiges Ende bedeutet, wie auch das von Frederik. Es ist schade um Körper, fuhr Vater Dominikus fort. Er hat mir lange und treu gedient. Gott, der Herr wird sich seiner Seele annehmen. Er wird seinen gerechten Lohn bekommen. Da bin ich sicher, sagte André. Falls es so etwas wie einen Gott gibt, werdet ihr beide bekommen, was euch zusteht. Domenikus sah ihn aus glitzernden Augen an, aber die erwartete Reaktion blieb aus. André sah, wie sich Bieler spannte, die Hände aber wieder sinken ließ. Du kannst den Namen des Herrn nicht beschmutzen, sagte Dominikus. Eine Kreatur des Teufels wie du. Hör mit dem Gerede auf, Dominikus, sagte André kalt. Was willst du, mich töten? Dann tu es aber, erspare mir die Qual, mir vorher dein Geschwätz anhören zu müssen. Töten? Dominikus machte ein Gesicht, als käme ihm dieser Gedanke jetzt zum ersten Mal. Ja, das werde ich und sei versichert, dass ich mich dieses Mal mit eigenen Augen davon überzeugen werde, dass du tot bist. Du wirst brennen, Hexer, er deutete auf Frederik zusammen mit diesem vom Teufel besessenen Kind. Nicht so schnell, Vater, mischte sich Teppisch ein. Wir haben eine Vereinbarung, in Domenicos Augen blitzte es auf. Eine Vereinbarung? Er hat einen meiner besten Männer getötet. Zwei, um genau zu sein, verbesserte ihn Teppisch, und sie haben es verdient. Ein Krieger, der sich töten lässt, ist nichts wert. Ich habe euch gewarnt. Er schüttelte den Kopf. Delani, gehört mir. Der Ausdruck in Domenikos Augen war blanker Hass. »Ihr wisst nicht, mit wem ihr sprecht.« »Mit einem Vertreter der Heiligen Römischen Inquisition,« antwortete Teppisch mit einem spöttischen Kopfnicken. »Aber Rom ist weit, und die Kirche hat hier nur so viel Macht, wie ich es ihr zugestehe. Was würden eure Brüder in Rom wohl sagen, wenn sie erführen, wen ihr in euren Diensten habt, Vater?« »Überspannt den Bogen nicht, Teppisch!« sagte Domenikus. Ich bin euch zu Dank verpflichtet, aber jede Verpflichtung hat auch ihre Grenzen. Ich habe nicht vor euch zu bedrohen, antwortete teppisch lächelnd. Ich erinnere nur an das Abkommen, das wir getroffen haben. Er deutete auf Frederik, dann auf André. Ihr bekommt den Jung, ich ihn. Lasst Frederik daraus, sagte André rasch. Das ist eine Sache zwischen dir und mir, Domenikus. Keineswegs, antwortete der Inquisitor. Das war es vielleicht, bevor mir dieses unschuldige Kind das Rückgrat zerstört hat. Du willst also Rache? sagte André. Nein, antwortete Domenikus. Der Junge ist vom Teufel besessen, genau wie du und eure ganze verruchte Sippe. Aber er ist noch ein Knabe. Das Böse hat seine Seele berührt. Aber noch ist sie nicht vollends verloren. Ich werde ihn mit mir nehmen und mit dem Teufel um sein Seelenheil ringen. Du sprichst vom Teufel! André hätte fast gelacht. Wie viele Menschen hast du umbringen lassen im Namen Gottes? Das Böse ist stark geworden und Satan ist listig. Man muss ihn mit Stumpf und Stiel ausrotten. Dominikus wedelte unwirsch mit der Hand. Schafft mir diesen Teufel aus den Augen und bringt mir meine Medizin. Ich habe Schmerzen. Der Raum war klein und hatte nur ein einzelnes schmales Fenster, das nicht einmal ausreichte, um eine geballte Faust hindurchzuschieben. Die Tür war massiv genug, um einen Kanonenschuss auszuhalten und verfügte über eine knapp handgroße Luke in Augenhöhe. Es gab einen Stuhl, ein Bett und einen halb mit Wasser gefüllten Eimer, der als Abort diente. Ein eiserner Ring in der Wand ließ über den Zweck dieses Raumes keinen Zweifel mehr aufkommen. Andrei wurde jedoch nicht angekettet. Teppich selbst und ein halbes Dutzend schwer bewaffneter Soldaten hatten ihn hierher gebracht. Er wurde nur grob durch die Tür gestoßen und dann allein gelassen. Nach einer Weile wurde die Klappe in der Tür geöffnet und ein misstrauisch zusammengepresstes Augenpaar sah zu ihm herein. Zwei Männer betraten seine Zelle und hielten ihn mit den Spitzen ihrer langen Speere in Schach, während ein anderer eine reichhaltige Mahlzeit und einen halben Krug Wein brachte. André hatte das Gefühl, dass es sich nicht um eine Großzügigkeit Teppichs handelte, sondern um eine Henkersmahlzeit. Seine Aussichten, diese Burg leben zu verlassen, waren nicht gut. Es war nicht das erste Mal, dass er sich in einer scheinbar ausweglosen Situation befand, aber bisher hatte er sich stets befreien können. Diesmal war es anders. Seine Gegner wussten, wer er war, vor allem aber wussten sie, was er war und was zu leisten er imstande war. Tepesch würde ihn nicht entkommen lassen, er wunderte sich, dass er überhaupt noch lebte. Körber hatte ihn besiegt. Er war besser als er gewesen, und er hätte ihn zweifellos getötet, hätte Vlad Tepesch nicht im letzten Moment in den Kampf eingegriffen. Als er schwere Schritte draußen auf dem Gang hörte, stand er auf und wich auf die andere Seite seiner Zelle zurück, um den Soldaten die Mühe zu ersparen, ihn mit ihren Speeren vor sich herzutreiben. Doch es waren nicht seine Kerkermeister. Stattdessen betrat Maria die Zelle. André konnte nichts anderes tun, als einfach dazustehen und sie anzustarren. Er konnte keinen klaren Gedanken fassen. Es war ihm bisher trotz allem gelungen, das Wissen um ihre Nähe zu verdrängen, weil dieser Gedanke zu schmerzhaft gewesen wäre. Nun aber war sie da. Sie stand vor ihm, nur noch zwei oder drei Schritte entfernt, so wunderschön, wie er sie in Erinnerung hatte, aber viel zerbrechlicher. Etwas wie eine stille Trauer schien von ihr auszugehen. Nachdem er sie einige Zeit betrachtet hatte, wurde ihm klar, dass sie sich auch körperlich verändert hatte. Ihr Gesicht war schmaler geworden, er sah eine Andeutung derselben dunklen Linien darin, die er auch in dem ihres Bruders Domenikos entdeckt hatte. Sie hatten körperliche Strapazen hinter sich. Der Weg hierher war nicht leicht gewesen und wahrscheinlich war sie ihn nicht freiwillig gegangen. Maria, begann er. Nein. Ihre Stimme war leise, brüchig, aber sie klang gleichzeitig so scharf, dass er verstummte. Sag nichts. Dominikus weiß nicht, dass ich hier bin, und er darf es auch nicht erfahren. Ich habe nicht viel Zeit. Da war etwas in ihrer Stimme, das ihn erschreckte, und etwas in ihrem Blick. Er blieb stehen, aber es fiel ihm schwer, sie nicht in die Arme zu schließen, ihre süßen Lippen zu schmecken. Alles, was zwischen konstanter und jetzt geschehen war, schien nicht mehr da zu sein, als hätte jemand die Zeit dazwischen einfach ausgelöscht. Ist es wahr? fragte Maria. Vielleicht waren es Tränen, die er in ihren Augen schimmern sah, vielleicht auch nicht. Was? Was Domenikus mir erzählt hat, antwortete sie mühsam, dass du, dass du ein Hexer bist. Das hat er gesagt? Nicht dieses Wort, antwortete Maria. Aber er hat mir gesagt, dass du mit dem Teufel im Bunde bist, dass du schwarze Magie praktizierst und und dass man dich nicht töten kann. Das glaubst du? Andres Gedanken drehten sich wild im Kreis. Er weigerte sich zu glauben, was er hörte, und er weigerte sich noch viel mehr zu glauben, was er in Marias Augen las. Es war unmöglich. Es durfte nicht sein. Nicht das. Ich weiß nicht mehr, was ich noch glauben soll. Antwortete Maria. Ich weiß, was ich gesehen habe. Und was, was hast du gesehen? fragte André stockend. Er machte einen halben Schritt auf sie zu und blieb sofort wieder stehen, als er sah, dass sie instinktiv vor ihm zurückwich. Wenn es etwas gab, das noch schlimmer war als der Ausdruck in ihrem Blick, dann die Vorstellung, dass sie Angst vor ihm haben könnte. Der junge Frederik, Biele hat ihn mit einem Messer geschnitten. Die Wunde hat sich wieder geschlossen vor meinen Augen. Es war Zauberei. Hexenwerk. Das hat nichts mit Zauberei zu tun sagte Andre, aber Maria hörte ihn gar nicht. Du bist genauso wie er, nicht wahr? Marias Augen färbten sich noch dunkler. Etwas in Andre schien zu zerbrechen, als er begriff, dass sie tatsächlich Angst vor ihm hatte. Das war das Schlimmste. Er hätte mit dem Gedanken leben können, sie niemals wiederzusehen. Er hätte vielleicht sogar noch damit leben können, zu wissen, dass sie seine Liebe nicht erwiderte. Aber die Vorstellung, dass sie ihn fürchten könnte, war unerträglich. Ja, sagte er, aber aber ich bin nicht also ist es wahr. Ihr seid tatsächlich mit dem Teufel im Bunde. Ich weiß nicht, ob es einen Teufel gibt, antwortete André. Aber selbst wenn, haben Frederik und ich nichts mit ihm zu schaffen. Ich könnte dir erklären, was wir sind. Ich hätte es längst tun sollen, aber aber ich hatte Angst. Angst, dass genau das passiert, was jetzt passiert ist, sagte André, dass du es nicht verstehen würdest. Er hob hilflos die Hände. Was wir sind, ist so schwer zu erklären, ich, ich verstehe es ja selbst nicht genau und, er brach ab. Er fühlte sich nicht nur hilflos, er klang auch so. Maria, bitte, sagte er verzweifelt, wir haben so wenig Zeit und ich muss dir so viel sagen. Nein, antwortete Maria. Das Wort traf ihn wie ein Fausthieb, und schlimmer noch war vielleicht das, was sie nicht sagte. Ich will nichts mehr hören, ich habe es gesehen und Dominikus, Dein Bruder, unterbrach sie André, ist hundertmal schlimmer als Frederik und ich es jemals sein könnten. Etwas warnte, ihn weiterzureden. Er spürte ganz deutlich, dass es ein Fehler war, aber zugleich war es ihm vollkommen unmöglich, nicht fortzufahren. Es war, als hätten sich die Worte einmal aus ihrem Gefängnis befreit, nun vollkommen selbstständig gemacht. Er hat Frederiks ganze Familie ausgelöscht. Meine gesamte Familie. Das ganze Dorf, alle. Frederik und ich sind die einzigen, die übrig sind. Das ist nicht wahr", sagte Maria. Sie klang eher traurig als erschrocken, als hätte sie etwas gehört, womit sie zwar gerechnet, aber fast flehentlich darauf gehofft hatte, es nicht zu hören. "Diese Menschen wurden fortgebracht, das ist wahr, aber nur um über sie zu richten, um ihren Seelen die Gelegenheit zu geben, sich wieder Gott zuzuwenden." "Sie sind tot", sagte André, so ruhig er konnte. "Sie sind auf Abodons Schiff verbrannt, als dein Bruder es anzünden ließ." Maria schwieg. Sie starrte ihn an, aber es war Andre nicht möglich, in ihren Augen zu lesen. Endlich schüttelte sie den Kopf. "Das ist nicht wahr", sagte sie. "Vielleicht hat es dir der Mohr so erzählt, aber so war es nicht. Mein Bruder ließ das Schiff angreifen, weil er ein Mörder und Dieb ist, der den Tod verdient hat." "Teppisch, hat sein Schiff verbrannt", beharrte Andre. "Auf Befehl deines Bruders Maria verbrennt die Hexen, das war es, was er gerufen hat." Ein Schiff voller Piraten, dessen Bauch voller Sklaven war, fügte André hinzu. Alle, die aus Konstanter weggebracht wurden. Ich weiß es, Maria. Ich war dabei. Frederik und ich haben es überlebt. Marias Blick flackerte. André konnte sehen, dass ein anderer Ausdruck in ihren Augen lag. Nein, sagte sie. Ich glaube dir nicht. Du lügst. Bruder Bieler hat mich gewarnt. Er hat mir gesagt, dass du versuchen würdest, Zweifel in mein Herz zu säen. Bruder Bieler! wiederholte Andrej in einem Ton, für den er sich selbst hasste. Du weißt, wer er ist? Ein tapferer Mann, antwortete Maria, so tapfer wie Körber und Malthus, die du erschlagen hast. In Konstante hast du noch ein wenig anders über sie gesprochen, erinnerte Andrej. Da wusste ich noch nicht, wer du bist, antwortete Maria. Ich bin Hör auf. Maria schlug beide Hände vor die Ohren. Ich will nichts mehr hören. Schweig. Weil dir nicht gefällt, was du hörst, sagte Andrej sanft. Er war nicht zornig. Er konnte nicht von Maria erwarten, dass sie ihm glaubte. Nicht jetzt und nicht in dieser Umgebung. Weil du lügst! Maria schrie fast. Dominikus hat recht. Du bist ein Hexer. Du hast mich verzaubert, schon in Constanta. Du weißt genau, dass das nicht stimmt, sagte André leise. Plötzlich musste auch er gegen die Tränen ankämpfen. Sprich mit Frederik, wenn du mir nicht glaubst. Oder du fragst mich, schönes Kind. Maria fuhr erschrocken herum und starrte Dracul an. Er war hereingekommen, ohne dass sie oder Andreas es gemerkt hatten. Und André nahm an, dass er auch schon eine Weile draußen auf dem Flur gestanden und ihnen zugehört hatte. Vielleicht von Anfang an. »Was?« begann Maria. Teppesch unterbrach sie, indem er mit der Hand auf Andre wies. »Er sagt die Wahrheit. Euer Bruder wusste, dass sich all diese Menschen auf Duns Schiff befanden. Er wollte ihren Tod.« und du hast seinem Wunsch Folge geleistet?, fragte André. Teppisch hob die Schultern. Warum nicht? Ein Schiff voller Hexen und schwarzer Magier? Wer würde am Wort eines Kirchenmannes zweifeln, noch dazu eines Inquisitors? Das, das ist nicht wahr, flüsterte Maria. Dann schrie sie. Du lügst! Das ist nicht wahr! Teppischs Augen verdunkelten sich vor Zorn. Für einen Moment war André fast sicher, dass er sie schlagen würde. Aber er kam nicht dazu, denn Maria fuhr herum und rannte aus dem Raum. Bracul sah ihr kopfschüttelnd nach. Als er sich wieder zu Andrei herumdrehte, lächelte er. Mach dir nichts daraus, Delani, sagte er. Sie wird sich beruhigen. Sie ist nur ein Weib. Und ein verdammt hübsches dazu. Du hast einen guten Geschmack. Nicht, was die Auswahl meiner Freunde angeht, sagte Andrei. Teppisch lachte. Er schüttelte den Kopf, drehte sich herum und schloss die Tür. Er wollte nicht, dass jemand sie belauschte. »Habt ihr keine Angst, dass ich euch das Herz herausreiße und vor euren Augen verspeisen könnte?« »Fürst«, fragte Andrei. »Ehrlich gesagt, nein«, antwortete Dracul. »Ich weiß noch immer nicht genau, was du bist, Andrei, aber eines bist du mit Sicherheit. Ein Mann von Ehre.« Sei dir da nicht so sicher, grollte Andrei. Außerdem schuldest du mir ein Leben, erinnerte Vlad. Aber ich glaube, daran muss ich dich nicht erinnern. Andrei schwieg. Vlad wartete nun bestimmt darauf, dass er ihn fragte, warum er ihm im Kampf gegen den Vampir beigestanden hatte, aber er sah ihn nur einige Augenblicke lang durchdringend an, dann fragte er, Was willst du? Warum fragst du nicht zuerst, was ich zu bieten habe? gab Vlad zurück. Und was sollte das sein? Alles, antwortete Tepesch. Er machte eine Kopfbewegung zu der Tür hinter sich. Das Mädchen er hob rasch die Hand, als Andrei etwas erwidern wollte. Du willst sie. Sie ist ein verdammt hübsches Ding. Ein wenig jung für meinen Geschmack, aber verdammt hübsch. Und du wärst kein Mann, wenn du sie nicht begehren würdest. Sprich nicht so über sie, sagte Andrei zornig. Teppisch lächelte. Hm. Du willst sie haben. Ich kann sie dir geben. Spar dir deinen Atem, Teppesch, sagte André wütend. Er musste sich beherrschen, um sich nicht auf diesen gottverdammten Fürsten zu stürzen und ihn tot zu prügeln. Der Junge, fuhr Teppesch ungerührt fort. Bieler. Oder wie wäre es mit Vater Dominikus Kopf auf einem Silbertablett? André wusste nicht, was ihn mehr erschütterte. Der amüsierte Klang von tepeschs Stimme oder die Gewissheit, dass Dracul ihm diesen Wunsch erfüllen würde, ohne auch nur eine Sekunde zu zögern, sollte er ihn wirklich äußern. Er schwieg. tepesch seufzte. Du bist ein anspruchsvoller Gast, Andrei Delani, sagte er. Es ist wirklich nicht leicht, dich zufriedenzustellen, aber vielleicht hätte ich doch noch etwas, das ich bieten könnte. Dein Freund, dieser Moor. Er tat so, als hätte er Mühe, sich des Namens zu erinnern. »Abudun!« »Was ist mit ihm?«, entfuhr es Andrei. Teppe lächelte flüchtig. Er schien zu spüren, dass Andrei diese Frage fast gegen seinen Willen entschlüpft war. »Ich fürchte, er ist uns entkommen«, sagte er, »zusammen mit einigen anderen Gefangenen. Nicht vielen, vielleicht zwanzig äh, oder dreißig. Wir werden sie wieder einfangen, das steht außer Zweifel. Ich kann die Jagd auf ihn natürlich auch einstellen lassen.« das liegt ganz bei dir. Was stört mich dieser Heide? fragte André. Tepeschs Blick nachzuurteilen, log er nicht überzeugend. Was verdammt nochmal willst du von mir? Dich, antwortete Dracul. Dein Geheimnis, Vampir. Ich will so werden, wie du. Das ist unmöglich, antwortete André. Er war nicht wirklich überrascht. Jeder, der sein Geheimnis erfuhr, stellte früher oder später diese Forderung. Und selbst, wenn es nicht so wäre, würdest du lieber sterben, ehe du mich ebenfalls zu einem Unsterblichen machen würdest. Ja, ja, ja ich weiß. teppich klang gelangweilt. Wir haben dieses Gespräch schon einmal geführt, oder sagen wir, du hast es geführt mit Vlad. Vlad? Mein treuer Diener, der dann und wann in meine Rolle schlüpft. Er ist tatsächlich so. Das ist einer der Gründe, aus denen ich ihn ausgewählt habe. Menschen hängen an ihren Namen. Manchmal kann ein Zögern von der Dauer eines Liedzuckens über die Glaubhaftigkeit einer Lüge entscheiden. Du bist ein Lügner, beharrte Andrei. Warum sollte ich dir trauen? Weil du gar keine andere Wahl hast, antwortete Teppich. Und weil ich dir das Leben gerettet habe. Wieder wartete er einen Moment vergeblich auf eine Antwort. Er ging zur Tür, sah durch die vergitterte Klappe hinaus und bewegte sich schließlich zum Fenster, alles auf eine Art, die Andrei klar machte, wie sehr er darauf wartete, dass Andre von sich aus eine Frage stellte. Andrej dachte nicht daran. Er bedauerte es bereits, überhaupt mit ihm gesprochen zu haben. Was für Drakuls Doppelgänger galt, das galt für den wirklichen Vlad Tepesch umso mehr. Er war ein Mann, dessen Redegewandtheit seiner Grausamkeit kaum nachstand. Es war gefährlich, sich mit diesem Mann auf eine Diskussion einzulassen. Drakul hatte die unheimliche Fähigkeit einen vergessen zu lassen, was für ein Ungeheuer er war. Nach einer Ewigkeit vor Teppich in vollkommen verändertem Ton leise, fast wie an sich selbst gewandt fort Wie lange kennen wir uns, André Delani? Du glaubst wenige Tage habe ich recht. Aber das stimmt nicht. Er drehte sich um, schüttelte den Kopf und lehnte sich neben dem Fenster gegen die Wand. Ich kenne dich erst seit wenigen Tagen, aber ich weiß seit langer Zeit, dass es Menschen wie dich gibt. War es Zufall? dachte André verwirrt, dass er den Begriff Menschen benutzte, oder auch jetzt wieder nur Berechnung. Und seit ich von euch weiß, bin ich auf der Suche nach euch. Du hast mich als Vlad, den Zigeuner, kennengelernt, und es ist mehr von ihm in mir, als du vielleicht ahnst. Ich bin ein Herrscher, ein Krieger wie du, André. Ich beherrsche dieses Land und ich bin der Herr über Leben und Tod all seiner Bewohner. Aber eigentlich gehöre ich nicht hierher. Mein Leben lang war ich auf der Suche, Delani, auf der Suche nach meiner wahren Bestimmung und nach meinem Volk. Jetzt habe ich es gefunden. Bist du deshalb zu einem solchen Ungeheuer geworden? fragte Andrei. Du hältst mich für ein Ungeheuer? Teppisch wirkte nachdenklich. Ja? Ich glaube, viele halten mich dafür, blatt den Pfähler, So nennen sie mich, glaube ich. Ja, das habe ich auch gehört, sagte Andrej spöttisch, obwohl ich mir gar nicht vorstellen kann, wieso. Hast du dich nie gefragt, warum ich das tue?", fragte Teppisch. "Weil du krank bist", schlug Andrej vor. "Weil Schmerz der Schlüssel ist", antwortete Teppisch. Vlad, der Zigeuner, hat die Wahrheit gesagt, als er behauptet hat, alles über dein Volk zu wissen, was es zu wissen gibt, Delani. Es ist der Tod, der einen Menschen zu dem macht, was ihr seid. Tod und Schmerz. Nur wer die vollkommene Qual kennengelernt und den Tod berührt hat, kann die Unsterblichkeit erringen. André starrte sein Gegenüber vollkommen fassungslos an. Das ist die Wahrheit, unterbrach ihn Teppisch. Und du weißt es! So wurdest du zu dem, was du bist, und der Junge auch. Du wurdest krank und bist gestorben, und Frederik wurde schwer verbrannt, bevor er starb. Ihr beide wart dem Tod so nah, wie es nur möglich ist. Das ist das Geheimnis. Deshalb erforsche ich den Schmerz. Wann ist ein Mensch dem Tode näher als im Augenblick der höchsten Qual, wenn er sich wünscht zu sterben, um endlich erlöst zu werden? Und sich zugleich noch immer an das Leben klammert, trotz aller Qual, trotz aller Furcht und Verzweiflung. Wann sind Leben und Tod enger beisammen als in diesem Moment? André war erschüttert. Aus Teppischs Worten sprach nichts anderes als der blanke Wahnsinn, aber zugleich auch eine grässliche Wahrheit. Wie viele Menschen hast du deshalb zu Tode gequält, du, du Wahnsinniger? fragte er welche rolle spielt das fragte teppisch wie viele männer hast du getötet delani das ist etwas anderes sagte andrea aber teppisch lachte nur wann hatte es je sinn gehabt mit einem wahnsinnigen zu diskutieren ach fragte teppisch war es das natürlich es ist etwas anderes es selbst zu tun und ausreden und gründe sind schnell zu finden du bist nicht besser als ich delani wir beide haben menschen getötet und es spielt keine rolle warum wir es getan haben Sie sind tot. Das allein zählt. Dann habe ich einen Vorschlag für dich, sagte André Böse. Lass uns zusammen in deinen Folterkeller gehen und wir finden heraus, ob du recht hast. Du glaubst, ich würde den Schmerz fürchten? Teppe schlachte. Du Dummkopf! Wie könnte ich zu einem Meister der Pein werden, ohne sie zu kennen und zu lieben? Er zog einen schmalen, doppelseitig geschliffenen Dolch aus dem Gürtel, schlug den linken Ärmel seines weißen Hemdes hoch, und begann einen doppelt fingerbreiten Streifen Haut von seiner Schulter bis zum Ellbogengelenk abzuschälen. Seine Mundwinkel zuckten vor Qual, aber über seine Lippen kam nicht der mindeste Schmerzenslaut. "Du bist ja wahnsinnig", flüsterte Andrej. "Vielleicht", sagte Teppisch. Hellrotes Blut lief an seinem Arm hinab und tropfte am Handgelenk hinunter zu Boden. Er lachte langsam steckte er das Messer ein und kam näher. Aber was ist schon Wahnsinn? Was ist ein Menschenleben wert, Delani? Ist dein Leben mehr wert als meines oder meines weniger als das deines Freundes? Er schüttelte heftig den Kopf. Hattest du ein größeres Recht zu leben als der Mann, vor dem ich dich gerettet habe? Andres Hände begannen zu zittern. Er konnte sich kaum mehr zurückhalten, sich auf Teppich zu stürzen, die Hände um seinen Hals zu legen und zuzudrücken. Nein, mehr. Plötzlich erwachte eine düstere, furchtbare Gier in ihm. Er wollte ihn packen, ihn an sich reißen und die Zähne in seinen Hals schlagen, seine Haut und sein Fleisch zerreißen und sein süßes Blut trinken, das verruchte Leben aus seinem Leib saugen um. Es kostete ihn unvorstellbare Mühe, einfach stehen zu bleiben. Dracul stand jetzt fast unmittelbar vor ihm, der Geruch seines Blutes süß, klebrig. Düster und zugleich unvorstellbar verlockend, schien überall zu sein, trieb ihn fast in den Wahnsinn. Er hob die Hände unfähig die Bewegung zu unterdrücken. Teppichs Gesicht verschwamm vor seinen Augen. Speichel sammelte sich unter seiner Zunge und lief in dünnen, klebrigen Fäden aus seinen Mundwinkeln und an seinem Kinn hinab. Er vernahm einen tiefen, dumpfen Laut ein, Geräusch wie das drohende Knurren eines Wolfes. Und er begriff mit ungläubigen Entsetzen, dass dieser Laut aus seiner eigenen Kehle kam. Teppichs Augen leuchteten auf, und André packte ihn, riss ihn mit brutaler Kraft an sich, seine Zähne näherten sich seiner Kehle, und dann stieß er Teppisch mit solcher Gewalt von sich, dass er quer durch den Raum geschleudert wurde und so wuchtig gegen die Wand neben der Tür prallte, dass er mit einem Schmerzenschrei zu Boden ging. Auch André taumelte rücklings gegen die Wand und sank zitternd in die Knie. In ihm tobte ein Kampf, die Gier war noch immer da, schlimmer als je zuvor ein tobendes Ungeheuer, das seinen Willen zu einem wimmernden Nichts degradierte und für nichts anderes Platz ließ als den Wunsch, den Befehl, sich auf Teppich zu stürzen und ihn zu zerreißen. Eine Gier, die ihn entsetzte und erschreckte und ihn vor Ekel aufschreien ließ. Er nahm seine Umgebung wie durch einen blutigen Nebel wahr. Von weit her sah er, wie die Tür aufgestoßen wurde, und Männer hereingestürmt kamen angelockt durch seine eigenen und Teppes Schreie. Dracul rief etwas, was er nicht verstand, und die Männer blieben stehen. Dann senkte sich der rote Nebel auch über diese Bilder, und er trieb durch eine brodelnde Unendlichkeit, die aus nichts anderem als schierer Qual und unbefriedigter Gier zu bestehen schien. Schließlich obsiegten Erschöpfung und Schwäche. Er sank zurück, und das brodelnde Feuer in seinem Inneren erlosch, weil es sich selbst verzehrt hatte die anstrengung den kopf zu drehen und die lider zu heben überstieg den winzigen rest von kraft der noch in ihm war täppisch lag neben ihm auf den knien die große wunde auf seinem arm blutete noch immer es konnte nicht viel zeit vergangen sein sie waren wieder allein andrej sah aus den augenwinkeln dass die tür offen stand aber die wachen waren fort warum wehrst du dich fragte täppisch warum weigerst du dich anzunehmen was du bist »Du, du Narr«, murmelte André, »willst du, willst du sterben? Geh, solange du es noch kannst. Du brauchst keine Furcht zu haben«, sagte Teppisch. »Dem Jungen wird nichts geschehen und dir auch nicht. Ich habe meinen Männern befohlen, euch gehen zu lassen. Sollte ich sterben?« André antwortete nicht. Er konnte es nicht. Schwäche hörte ihn ein wie etwas schweres, greifbares etwas, das ihn in einen Abgrund reißen und verzehren wollte und in ihm, tief, unendlich tief in ihm, war noch immer diese fürchterliche Gier, etwas, vor dem er entsetzliche Angst und noch größeren Abscheu empfand und das doch zu ihm gehörte. Teppe stand auf und entfernte sich ein paar Schritte. André hörte ein Scharren, dann das Reißen von Stoff. Es verging eine geraume Weile, bis er sich aufsetzen und Teppisch ansehen konnte, ohne Gefahr zu laufen, sich sofort auf den Fürsten zu stürzen und ihm den Kehlkopf durchzureißen. Teppisch hatte sich auf einen Stuhl sinken lassen und ein paar Streifen aus seinem Hemd gerissen, um sich selbst einen notdürftigen Verband anzulegen. Obwohl die Wunde nicht sehr tief war, war sie doch großflächig und blutete stark, denn auch der Verband hatte sich bereits wieder dunkelrot gefärbt. Als er Andres Blick auf sich ruhen spürte, Drehte er sich zu ihm herum und lächelte dünn. Verzeiht meine Schwäche, Delani, sagte er spöttisch, aber meine Wunden heilen nicht ganz so schnell wie eure. André richtete sich mühsam auf, musste sich aber sofort wieder gegen die Wand in seinem Rücken sinken lassen. Er fühlte sich matt und ausgelaugt, als hätte er den schwersten Kampf seines Lebens hinter sich. Vielleicht traf das ja auch zu. Warum? murmelte er schwach. Weil ich dich brauche, du Narr! Antwortete Teppe schäftig. Und du mich? Ich brauche dich nicht, murmelte Andrei. Ich brauche nicht einmal dein Blut. Teppe schlachte. Ich habe alles, was du willst, sagte er, den jungen Dominikus, seine Schwester. Willst du Bilas Kopf? Du kannst ihn haben. So weit waren wir schon, sagte Andrei müde. Und wir werden noch oft so weit sein, bis du begreifst, dass wir einander brauchen? antwortete Tepesch. Ich habe alles, was du willst. Ich könnte dir drohen, aber das will ich nicht. Ich will, dass du freiwillig zu mir kommst. Warum? Um dich unsterblich zu machen, damit du weitere hundert Jahre lang Menschen schinden kannst? Das bräuchte ich nicht mehr, würde ich dein Geheimnis kennen, antwortete Tepesch. Ist das alles, was du willst, dass der Pfähler aufhört zu pfählen? Du hast mein Wort. Reite an meiner Seite, Delani, und es wird keine Pfähle mehr geben. Wozu brauche ich den Schmerz, wenn ich dich habe? Und wozu? Du hast es gesehen, antwortete Tepesch. Du und ich, wir können dieses Land von der Geisel der türkischen Invasion befreien, wir können die christlichen Heere gemeinsam anführen. Du hast mit eigenen Augen gesehen, wie wir die Heiden in die Flucht geschlagen haben. Du kämpfst für das Christentum? Wer soll dir das glauben? Es spielt keine Rolle, warum ich es tue, sagte Teppisch zynisch. Und wenn ich weitere Menschen töte, was stört es dich? Wie viele kann ich töten, selbst in hundert Jahren? Fünftausend? Das ist nichts gegen die Opfer, die auch nur eine einzige Schlacht kostet. Dann nimm dir die Verbündeten, die du schon hast, sagte André. Ich will sie nicht, sagte Teppisch mit unerwartetem Nachdruck. Du hältst mich für böse. Du kennst Domenikus nicht und dieses Ungeheuer, das an seiner Seite reitet. Selbst ich habe Angst vor ihnen. Wie furchtbar, sagte André. »Sie glauben, mich zu brauchen«, fuhr Teppisch unbeeindruckt fort. »Wenn das nicht mehr so ist, werden sie mich töten. Oder ich sie.« »Und was wäre anders, wenn ich an deiner Seite reiten würde?« teppich starrte ihn eine Weile wortlos an. Dann stand er mit einem so plötzlichen Ruck auf, dass Andrej zusammenschrak. »Du willst einen Vertrauensbeweis?« fragte er. »Also gut, du wirst ihn bekommen. Morgen früh, bei Sonnenaufgang.« gegen jede Erwartung fand er in dieser Nacht nicht nur Schlaf, sondern erwachte auch mit einem Gefühl von Stärke und ohne die mindeste Erinnerung an einen Albtraum. Der Kampf, den er ausgefochten hatte, hatte ihn offenbar so erschöpft, dass er dafür keine Kraft mehr übrig gehabt hatte. Ihm wurde ein Mahl gebracht, das eines Fürsten würdig gewesen wäre, er verzehrte es bis auf den letzten Rest und wunderte sich dabei ein wenig über sich selbst, nicht nur über seinen Appetit, sondern auch über die fast unnatürliche Ruhe, die ihn erfüllte. Er sollte entsetzt sein. Zumindest empört, aber er fühlte im Grunde gar nichts. Allenfalls eine vage Trauer, wenn er an Maria dachte. Als die Sonne aufging, hörte er Schritte auf dem Flur. Die Tür wurde aufgerissen und zwei Bewaffnete traten herein. Sie sagten nichts, aber André wusste, dass sie gekommen waren, um ihn abzuholen. Er hatte Teppischs Worte vom vergangenen Tag nicht vergessen. Einen Vertrauensbeweis. Noch etwas hatte sich geändert. Während Andrei aufstand und den Soldaten auf den Flur folgte, beobachtete er sich selbst dabei, die beiden Männer kühl nach ihrer Gefährlichkeit einzuschätzen. Ein Teil von ihm schätzte ihre Bewaffnung, ihre Aufmerksamkeit und die Art ihrer Bewegungen ein und überlegte im nächsten Schritt, wie er sie am schnellsten und mit dem geringsten Risiko ausschalten konnte. Er erschrak vor sich selbst, aber der Gedanke blieb. Als die Männer hereingekommen waren, hatte er eine deutliche Anspannung verspürt, die nun verflogen war, weil er begriffen hatte, dass sie für ihn keine Gefahr darstellten. Etwas war mit ihm geschehen. Er wusste nicht was, aber es machte ihm Angst. Draußen auf dem Gang warteten vier weitere Männer auf ihn, die sich zu einer schweigenden, aber sehr nervösen Eskorte formierten. André drehte sich nicht einmal zu ihnen herum, aber er spürte die Armbrustbolzen, die auf seinen Rücken gerichtet waren. Anders als gestern schien Burg Weichs nun voller Leben zu sein. Aus der kalten, dunklen Gruft, in der jeder Schritt unheimlich widerhallte, war ein lauter, lärmender Ort geworden, der von Menschen nur so wimmelte und schon fast beengt schien. Zahlreiche Männer, größtenteils aber nicht ausschließlich Soldaten, kamen ihnen entgegen. Auch der Hof war voller Menschen. In der Nähe des Tors war ein mehr als mannshoher Stapel mit Kriegsgerät und Beutegut aufgebaut und auf den Zinn flatterten neben Teppes schwarz-roter Drachenfahne die erbeuteten Wimpel von Seligs zerschlagenem Heer im Wind. Seine Begleiter stießen ihn grob auf den Hof hinaus und signalisierten ihm, stehen zu bleiben und sich nicht von der Stelle zu rühren. Niemand sprach ihn an, die Männer wichen sogar seinen Blick aus. Wahrscheinlich dachten sie, dass er über den bösen Blick verfüge, überlegte André. Niemand hier hielt ihn für einen normalen Kriegsgefangenen. Offenbar hatte sich herumgesprochen, dass Burg Weix im Moment ganz besondere Gäste beherbergte. Während er wartete, sah sich André aufmerksam um. Er entdeckte weder einen Scheiterhaufen noch einen der gefürchteten Pfähle. Nur in einiger Entfernung stand ein einsamer Käfig, der offenbar zur Aufnahme eines Gefangenen bestimmt, im Augenblick aber leer war. Ein Würfel von einem guten Meter Kantenlänge, der mit Spitzen nach innen gerichteten Dornen gespickt war. Daneben standen vier Pferde mit einer sonderbaren und Andre vollkommen unbekannten Art von Geschirr. Eine große Anzahl bewaffneter bevölkerte den Hof, hielt aber respektvollen Abstand zu Andre und seinen Begleitern. Während der Zeit, die Andre tatenlos warten musste, verließen mehrere Abteilungen Reiter die Burg oder kehrten zurück. Einmal trieben sie eine Gruppe zerlumpter und vollkommen entkräfteter Gefangener, die meisten verletzt, vor sich her. Teppisch. Hatte die Jagd auf Überlebende des muselmanischen Heers noch nicht einstellen lassen. Während die Männer die Gefangenen mit Stockschlägen und Fußtritten auf eine niedrige Tür zutrieben, die vermutlich zu den Verließen hinabführte, versuchte Andrei möglichst unauffällig ihre Gesichter zu erkennen. Mach dir keine Sorgen, Delani, sagte Teppisch hinter ihm. Dein muselmanischer Freund ist nicht dabei. Andrei ließ ganz bewusst einige Zeit verstreichen, ehe er sich zu ihm umdrehte. Teppisch hatte sich ihm wieder einmal genähert, ohne dass er seine Schritte gehört hatte, etwas, was er offensichtlich gut beherrschte. Er fuhr fort. »Ich habe meinen Männern befohlen, den Moor und seine Begleiter unbehelligt zu lassen. Nimm es als Zeichen meines guten Willens und als Anzahlung auf unseren Handel.« »Ich wüsste nicht, dass wir einen hätten«, sagte Andrei. Teppisch lächelte flüchtig. »Er hatte sich verändert.« war nun ganz in Schwarz gekleidet und trug einen einfachen Waffengurt mit einem schlichten, fast zierlichen Schwert um die Hüften. Seltsamerweise sah er dadurch fast gefährlicher aus, als hätte er sich in eine barbarische Rüstung gehüllt. Wir werden sehen, sagte er. Mehr nicht, aber die Worte erfüllten Andrei mit einer unguten Vorahnung. Tepe drehte sich halb herum, hob die Hand, und nur einen Augenblick später wurde das zweiflügelige Tor des Hauptgebäudes geöffnet und eine sonderbare Prozession verließ den Ort. Es waren vier von Tepeschs Männern, die eine Art lieblos zusammengezimmerter Sänfte zwischen sich trugen, auf der Vater Domenikus saß. Wie zuvor war er auch jetzt auf seinen Stuhl gebunden, allerdings auf eine Art, die André zweifeln ließ, ob die stabilen Stricke tatsächlich nur seiner Sicherheit dienten oder doch Fesseln darstellten. Bieler, der letzte und wohl auch stärkste seiner drei Vampirkrieger folgte ihm. Er trug nicht mehr seine goldfarbene Rüstung, hatte aber ein gewaltiges Schwert im Gürtel, auf dessen Griff seine rechte Hand ruhte. Sein Gesicht war unbewegt, aber es gelang ihm trotzdem nicht ganz, seine Unruhe zu verbergen. Maria und als letztes Frederik folgten ihm. Es gab keine bewaffnete Eskorte wie bei Andrei, aber der Hof wimmelte von Soldaten. Vater Dominikus Teppisch ging dem Inquisitor ein paar Schritte entgegen und bedeutete den Trägern zugleich, die Sänfte abzustellen. »Ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Nacht. Vermutlich wird meine bescheidene Burg euren Ansprüchen nicht gerecht, worum ich um Vergebung bitte, aber meine Diener haben getan, was in ihrer Macht steht.« Dominikus spießte ihn mit Blicken regelrecht auf. Ohne auf seine Worte einzugehen, hob er die Hand und deutete anklagend auf André. »Was macht dieser Hexer hier? Wieso liegt er nicht in Ketten?« »Ich bitte euch, Vater«, antwortete Teppe schlächelnd, »habt ihr so wenig Zutrauen zu den Mauern meiner Burg und den Fähigkeiten meiner Krieger?« Dominikus antwortete irgendetwas, aber Andrei hörte nicht mehr hin. Er versuchte, Marias Blick festzuhalten, aber sie wich ihm aus und blickte zu Boden. Frederik, der direkt neben ihr stand, war nicht mehr gefesselt. Er sah ihn an, aber sein Blick wirkte eher trotzig, fast schon herausfordernd, auch wenn André sich beim besten Willen keinen Grund dafür denken konnte. Aus Bielas Augen sprühte die blanke Mordlust. André wollte zu Frederik gehen, aber Teppe hielt ihn mit einer Handbewegung zurück und schnitt Dominikus mit der gleichen Bewegung das Wort ab. Genug, Vater. Ich weiß, wie ich mit meinen Gefangenen zu verfahren habe. Das will ich hoffen antwortete Domenikos, wenn ihr jetzt vielleicht die Güte hättet, mir zu sagen, warum ihr mich gerufen habt. Ich hoffe, es ist wichtig. Meine Wunde ist noch immer nicht ganz verheilt. Jede Bewegung bereitet mir große Schmerzen. Ich wollte euch nur eine Frage stellen, antwortete Tepesch. Eine ganz einfache Frage, von deren Beantwortung jedoch viel abhängt. Und wie lautet sie? Seht ihr, Vater Tepesch deutete auf André, ich hatte gestern Abend ein interessantes Gespräch mit dem Mann, den ihr so gerne als Hexenmeister bezeichnet. Dominikus starrte erst ihn, dann Andrei finster an und Andrei bemerkte aus den Augenwinkeln, wie sich Bila spannte und unauffällig einen Schritt näher trat. Als Dominikus nicht antwortete, fuhr Teppisch in einem schärferen Ton fort. Natürlich gilt mir sein Wort bei weitem nicht so viel wie das eines heiligen Mannes und Kirchenvertreters wie euch, Vater. Aber ich frage mich doch, ob er vielleicht die Wahrheit sagt. Die Wahrheit worüber? fragte Dominikus. Dass ihr mich belogen habt, antwortete Teppeschardt, dass ihr ein Lügner und Mörder seid, der mich als nützliches Werkzeug für seine verruchten Pläne eingesetzt hat. In Dominikus' Augen blitzte es auf. Was? erdreistet ihr euch fürst verbrennt die hexen antwortete teppisch das waren doch eure worte nicht wahr ich habe sie in dem moment als ihr sie aussprach nicht ganz verstanden ging es doch nur um das schiff eines berüchtigten piraten der die donau hinauffuhr um dort beute zu machen domenico starrte ihn finster an und schwieg von den paar dutzend männern und frauen die unter deck angekettet waren habt ihr sicherlich nur vergessen mir zu erzählen hexen Antwortete Domenikus hasserfüllt. Sie waren alle Hexen mit dem Teufel im Bunde. Dann, dann ist es wahr. Maria starrte ihren Bruder aus aufgerissenen Augen an. Du hast davon gewusst, sie hatten den Tod verdient, antwortete Domenikus. Sie sind lebendig verbrannt, fuhr Teppisch fort. Männer, Frauen und Kinder, mehr als fünfzig Menschen. Ich habe sie verbrannt, Vater Domenikus, aber ich wusste nicht, dass sie da sind. Ihr wusstet es. Sag, dass das nicht wahr ist, keuchte Maria. Sag es! Ihr Bruder schwieg, und Teppisch fuhr mit kalter, schrecklich ausdrucksloser Stimme fort. Ihr seid ein Mörder, Dominikus, ein gewissenloser Mörder und Lügner. Ich werde euch zeigen, was ich mit Männern mache, die mich belügen. Packt ihn! Die beiden letzten Worte hatte er geschrien. André sah, dass Bieder genauso schnell reagierte, wie er es erwartet hatte. Er warf sich mit einer blitzartigen Bewegung nach vorne und zog gleichzeitig sein Schwert aus dem Gürtel. Doch seine Schnelligkeit nutzte ihm nichts. Mehr als ein halbes Dutzend Armbrustbolzen zischte mit einem Geräusch wie ein zorniger Hornissenschwarm heran. Die meisten Geschosse verfehlten ihr Ziel, weil sich Bieler mit fast übermenschlicher Schnelligkeit bewegte. Aber einer der Bolzen traf seine rechte Schulter und riss ihn herum. Der zweite bohrte sich in sein Knie und ließ ihn stürzen. Der Vampir brauchte nur Augenblicke, um die Geschosse herauszureißen und sich von seinen Verletzungen zu erholen, aber dann waren bereits Tepeschs Männer über ihm. Bieder wehrte sich mit verzweifelter Kraft, gegen die vielfache Übermacht kam er nicht an. Das Schwert wurde ihm aus den Händen gerissen, dann wurde er zu Tepesch geschleift und vor ihm in die Knie gezwungen. Was soll das? schrillte Dominikus. Was fällt euch ein? Tepesch schwieg. Er machte nur eine herrische Kopfbewegung. Seine Männer rissen Bieler wieder in die Höhe und zerrten ihn quer über den Hof in Richtung des Eisenkäfigs und der Pferde hin. Bieler schien zu ahnen, was ihm bevorstand, denn er bäumte sich auf und wehrte sich mit solch verzweifelter Kraft, dass weitere von Tepeschs Männern hinzueilen mussten, um ihn zu bändigen. Trotz aller Gegenwehr wurden seine Hand- und Fußgelenke mit groben Stricken gefesselt, deren Enden an den Geschirren der Pferde befestigt waren. »Nein!« keuchte Dominikus. »Das könnt ihr nicht tun!« Teppisch hob die Hand, und die vier Pferde trabten in verschiedenen Richtungen an. Bieler wurde in Stücke gerissen. Maria schrie gellend auf, schlug die Hand vor den Mund und wandte sich würgend ab. Domenico schloss mit einem unterdrückten Stöhnen die Augen, einzig Frederik sah dem grausigen Geschehen interessiert zu. »Erstaunlich«, sagte Teppisch, »man kann euch also doch töten.« er wandte sich mit erhobener Stimme an die Männer, die Bieler festgehalten hatten. »Verbrennt ihn und bleibt dabei, bis auch wirklich nichts mehr von ihm übrig ist.« »Du Ungetüm«, sagte Dominikus hasserfüllt, »du gewissenloser Mörder, dafür wirst du büßen.« »Das glaube ich nicht«, antwortete tepesch gelassen. »Verbrennt die Hexen, das waren doch eure Worte, oder? Nun, ich tue nichts anderes.« ich lasse einen Vampir verbrennen. Wollt ihr mich dafür zur Rechenschaft ziehen? Er beugte sich so weit vor, dass sein Gesicht beinahe das des Inquisitors berührte. Dankt eurem Gott, dass ich nicht dasselbe mit euch machen lasse, Pfaffe. Ich lasse euch leben. Seht ihr diesen Käfig dort? Er lachte. Sehen wir doch einfach, wie wichtig ihr eurem Herrn im Himmel seid. Wenn ihr bis Sonnenuntergang noch lebt, seid ihr frei und könnt gehen, wohin es euch beliebt. Nein, murmelte Maria. Sie hatte sich wieder gefangen. Zwar war sie noch immer sehr blass, musste aber nicht mehr mit aller Macht gegen ihre Übelkeit ankämpfen. Bitte, Fürst, tut es nicht! Ihr würdet ihn umbringen. Aber mein Kind, sagte Teppisch kopfschüttelnd, sein Schicksal liegt jetzt allein in Gottes Hand. Aber Hör auf, Maria, sagte André. Verstehst du denn nicht? Je verzweifelter du ihn bittest, desto mehr Freude bereitet es ihm, dich zu quälen. Er drehte sich zu Dracul um. Bin ich jetzt an der Reihe? Teppisch zog in gespielter Überraschung die Augenbrauen zusammen. Ihr? Yeah? Aber mein Freund, ich bitte dich, das alles habe ich doch schließlich nur getan, um dich von meiner Aufrichtigkeit zu überzeugen. Aufrichtigkeit? Teppisch nickte heftig. Du hattest doch Angst, dass ich mir einen anderen Verbündeten suchen könnte. Nun, jetzt gibt es keinen anderen Verbündeten mehr, nicht wahr? Er lachte. Es ist schon seltsam, wie da suche ich mein ganzes Leben lang nach jemanden wie dir und mit einem Male sind beinahe mehr von deiner Art da, als ich verkraften kann. <laughs> Vielleicht hast du den Falschen hinrichten lassen, sagte Andrei. Ich werde dir ganz bestimmt nicht helfen. Wir werden sehen. Teppisch deutete auf Dominikus. Steckt ihn in den Käfig, befahl er, und hängt ihn in die Sonne. Wir wollen doch nicht, dass er friert. Du Ungeheuer! murmelte Maria. Wenn du ihn tötest, dann. Dann? fragte Teppisch, als sie den Satz unbeendet ließ. Er wartete vergeblich auf eine Antwort, zuckte schließlich mit den Schultern und machte eine weitere befehlende Geste. Bringt sie in ihr Zimmer! Aber seid vorsichtig, sie ist eine Wildkatze. Maria funkelte ihn haßerfüllt an, aber sie gönnte ihm nicht den Triumph, sich gewaltsam von seinen Männern in die Burg schleifen zu lassen, sondern drehte sich herum und verschwand schnell mit stolz erhobenem Haupt. Auf einen entsprechenden Wink ihres Herrn folgten ihr zwei Soldaten, während sich Teppisch endgültig zu André umdrehte. Du siehst, ich stehe zu meinem Wort, Delani, sagte er. Hast du dir... Mein Angebot also überlegt. Du kennst meine Antwort. Er deutete auf Dominikus, den Teppes Schergen in diesem Moment grob in den Gitterkäfig stießen. Wenn du ihn wirklich töten lässt, könntest du dir große Schwierigkeiten einhandeln. Die Inquisition ist vielleicht nicht mehr so mächtig, wie sie einmal war, aber Rom wird es trotzdem nicht zu schätzen wissen, wenn seine Abgesandten umgebracht werden. Rom antwortete Teppes betont ruhig ist wahrscheinlich froh, einen lästigen und unberechenbaren Patron wie Domenikus auf diese bequeme Weise loszuwerden. Außerdem ist es ziemlich weit weg, und wer weiß, vielleicht wird ja in wenigen Jahren schon die Halbmondfahne über Rom. »Meine Antwort bleibt nein,« sagte André, teppisch seufzte. »Schade. Trotzdem, keine andere Antwort hätte ich dir geglaubt, Elani. Gottlob bin ich nicht auf dich angewiesen.« mit dir lässt sich nicht gut verhandeln. Du bist zu ehrlich. Er drehte sich zu Frederik um, sah ihn durchdringend an und fragte, sind wir uns einig? Einig? Frederik schwieg endlose Sekunden. Sein Blick irrte unstet zwischen Teppich und André hin und her. Einig? Schließlich nickte er. Ja. Frederik, murmelte André. Was, was bedeutet das? Teppisch drehte sich mit zufriedenem Gesichtsausdruck wieder zu ihm um. Du kannst gehen, Delani. Wie? fragte André verständnislos. Du bist frei, wiederholte Teppisch. Nimm dir ein Pferd und reite los. Du wirst mir nachsehen, dass ich dir keine Waffe gebe, aber darüber hinaus kannst du dir nehmen, was immer du benötigst. Um wohin zu gehen? Wohin immer du willst, antwortete Dracul. Du bist ein freier Mann. Ich liege nicht im Zwist mit dir. Trotzdem bitte ich dich, meine Ländereien zu verlassen. Andrej schwieg. Er sah Frederik an, aber der Junge machte noch immer ein verstocktes Gesicht, hielt seinen Blick aber nicht mehr stand, sondern starrte zu Boden und begann nervös mit den Füßen zu scharren. Und Maria, wie ich dir schon sagte, sie ist mir zu jung. Sie wird eine Weile hierbleiben, bis sie sich beruhigt hat, und danach lasse ich sie an einen Ort ihrer Wahl bringen. Ihr wird nichts geschehen. Du hast mein Wort. Andres Gedanken rasten. Tepeschs Wort war vermutlich nicht mehr wert als der Schmutz unter seinen Schuhsohlen. Aber welche Wahl hatte er als die, sein Angebot anzunehmen? Bieler Schreie gelten noch immer in seinen Ohren. Der Krieger war nicht zu retten gewesen, und er war viel besser, als er gewesen. Ich möchte mit Frederik reden, sagte er allein. »Ganz wie du willst«, Teppe schien einen Moment lang darauf zu warten, dass Frederik und er sich entfernten. Als klar wurde, dass dies nicht geschah, zuckte er mit den Schultern und ging davon. »Was hat er dir versprochen?«, fragte André. »Nichts«, antwortete Frederik. Er scharrte noch immer mit den Füßen. »Frederik«, der Junge sah hoch. Er war blass und sein Mund war zu einem trotzigen, schmalen Strich zusammengepresst. »Lass mich raten«, sagte André. Er hat dir angeboten, mich ungeschoren davonkommen zu lassen, wenn du dafür bei ihm bleibst. Hab ich recht? Dich und Maria, sagte Frederik. Ja. Und du glaubst ihm? Du kannst gehen, oder? fragte Frederik patzig. Das ist keine Antwort auf meine Frage, sagte André. Glaubst du ihm? Wo ist der Unterschied zu dem, was du getan hast? fragte Frederik. Du warst bereit, dich an Abu zu verkaufen, um mein Leben zu retten. Jetzt tue ich dasselbe für dich. Das ist ein Unterschied sagte André betont. »Abudun war ein Pirat, ein Mörder und Dieb, aber Dracul ist, ist böse. Er ist kein Mensch, Frederik.« »Du meinst, so wie wir?« fragte Frederik. »Du glaubst, du wärst ihm gewachsen?« fuhr André fort. Tief in sich spürte er, wie sinnlos es war. Frederik verstand ihn nicht, weil er ihn nicht verstehen wollte. Trotzdem fuhr er fort. »Du bist es nicht.« auch ich wäre es nicht, Frederik, Wenn du bei ihm bleibst, dann wird er dich verderben. Es wird nicht lange dauern und dann wirst du sein wie er.« Und wenn er es schon war? André versuchte mit aller Kraft, sich dagegen zu wehren, aber plötzlich glaubte er Aboduns Stimme zu hören, so deutlich, dass er sich um ein Haar herumgedreht hätte, um nachzusehen, ob der Pirat nicht wirklich hinter ihm stand. »Hast du schon einmal daran gedacht, dass es vielleicht Menschen gibt, die schon böse geboren werden?« das werde ich nicht, widersprach Frederik. Ich habe keine Angst vor diesem alten Mann. Wenn er mir lästig wird, dann töte ich ihn. In seinen Augen erschien ein verschlagener Ausdruck. Wir könnten es gemeinsam tun. Versteck dich ein paar Tage. Sobald ich Teppischs Vertrauen errungen habe, lasse ich dir ein Zeichen zukommen. Ich lasse dich bei Dunkelheit in die Burg. Wir töten Teppisch und befreien alle Gefangenen. Andrej sah ihn lange und voller Trauer an. Dann drehte er sich wortlos um, stieg auf das erstbeste Pferd, das er erreichen konnte, und ritt davon. Er ritt direkt nach Osten. Auf dem ersten Stück bewegte er sich sehr rasch, denn er zweifelte nicht daran, dass Teppisch nicht sonderlich viel Zeit verstreichen lassen würde, bevor er zur Jagd auf ihn blies. Das war auch der Grund, aus dem er sich in östliche Richtung wandte. Hier war das Gelände offen und es gab kaum Möglichkeiten für einen Hinterhalt oder eine Falle. Allerdings näherte er sich auf diese Weise in direkter Linie dem Schlachtfeld. Obwohl seit dem Kampf Zeit verstrichen war, bestand durchaus noch die Gefahr, auf Männer des Drachenritters zu stoßen. Erst als er sich dem Schlachtfeld weit genug genähert hatte und der Wind den ersten Hauch von süßlichem Leichengestank zu ihm tragen konnte, wurde ihm klar, dass er diese Richtung keineswegs zufällig eingeschlagen hatte. Sein Tempo war gesunken. André war nicht gut beraten gewesen, seinem Zorn nachzugeben und sich auf das erstbeste Pferd zu schwingen, das sich ihm dargeboten hatte. Das Tier war in keinem guten Zustand. Seine Kräfte erlahmten rasch, einen langen Ritt oder gar eine Verfolgungsjagd würde es niemals aushalten. Er würde kämpfen müssen, wahrscheinlich früher als er erwartete, und so hart wie noch niemals zuvor in seinem Leben. Wie das Schicksal hatte ihm deutlich vor Augen geführt, dass Teppesch nicht den Fehler beging, seine Art zu unterschätzen. Die Männer, die er hinter ihm herschicken würde, würden wissen, wie gefährlich er war und wie sie ihn töten konnten. André hatte keine Angst. Er hatte in seinem Leben schon so viele Kämpfe ausgefochten, dass er längst aufgehört hatte, sie zu zählen. So mancher davon war scheinbar aussichtslos gewesen. Und seit gestern Nacht war etwas. Da war etwas mit ihm geschehen. Andrei konnte selbst nicht sagen, was es war, aber es war eine sehr große, tiefgreifende Veränderung, und sie schien noch lange nicht abgeschlossen zu sein. Als er Körbers Blut getrunken hatte, da war noch etwas in ihn eingedrungen. Ein Teil der unmenschlichen Kraft und Schnelligkeit des Vampirs und Vielleicht etwas von seiner Erfahrung. Körper war tot, unwiderruflich, aber etwas von ihm lebte in Andre weiter. Er hatte einen weiteren Teil des Geheimnisses gelüftet, das seine Existenz umgab. Als er Malthus getötet hatte, seinen ersten Unsterblichen, war es nicht so gewesen. Aber Malthus, das hatte er längst begriffen, war noch sehr jung gewesen, alt für menschliche Begriffe, aber jung und möglicherweise unerfahren für einen Vampir. Andrei erinnerte sich gut an das Gefühl flüchtiger Überraschung kurz bevor sich sein Geist endgültig aufgelöst hatte. Aber da war nichts von der abgrundtiefen Bosheit und Stärke Körbers gewesen. Der zweite Vampir hätte ihn überwältigt, nicht nur körperlich, sondern auch und vor allem und mit noch viel größerer Leichtigkeit geistig, hätte Teppisch nicht im letzten Moment eingegriffen. Nun aber hatte sich Körbers Kraft zu seiner eigenen gesellt. Die Krieger, die Teppisch hinter ihm hergeschickt hatte, würden möglicherweise eine tödliche Überraschung erleben. Aber zuerst brauchte er eine Waffe. Sein Pferd trabte über einen letzten flachen Hügel, dann lag das Schlachtfeld unter ihm. Der Gestank war grässlich, aber der Anblick war nicht einmal so schlimm, wie er erwartet hatte. Überall lagen Leichen, Menschen und Pferde, in einem wirren Durcheinander, Tausende, wie es schien. Doch nirgends bemerkte er eine Bewegung, abgesehen von einigen Krähen, die sich an dem Fleisch gütlich taten. Es gab keine Soldaten, die auf ihn warteten, und auch keine Plünderer. Er ritt noch ein kurzes Stück weiter, dann stieg er ab und begann, die Toten zu durchsuchen. Während er es tat, kam ihm zu Bewusstsein, dass er sich nicht anders benahm als die Plünderer, für die er nur Verachtung übrig hatte, aber er hatte keine andere Wahl. Obwohl Teppisch Soldaten reichlich Zeit gehabt hatten, alles Brauchbare an sich zu nehmen, fand er eine reiche Auswahl an Waffen. Er wählte ein Schwert, das perfekt in der Hand lag und sich fast wie eine natürliche Verlängerung seines Armes anfühlte, dazu einen runden, sehr leichten Schild und nach kurzem Zögern auch Helm und Harnisch eines Toten, der ungefähr seine Größe gehabt hatte. Normalerweise bevorzugte es Andrei, ohne Rüstung zu kämpfen. Durch ihr Gewicht behinderte sie mehr, als sie schützte und nahm ihm viel von seiner Schnelligkeit, die vielleicht seine größte Waffe war. Aber dieser Kampf würde nicht nur mit Schwert und Schild ausgefochten werden. Zuvor bedeutete selbst ein Pfeil oder ein Armbrustbolzen für ihn keine ernsthafte Gefahr, aber Körperschicksal hatte auf dramatische Weise bewiesen, dass selbst für ihn Angriffe tödlich sein konnten. Nachdem Andrej seine Ausrüstung noch mit zwei Dolchen vervollständigt hatte, von denen er einen in seinen Gürtel und den anderen in den rechten Stiefel schob, wandte er sich der Mitte des Heerlagers zu. Bisher hatte er es vermieden, in diese Richtung zu sehen, aber nun musste er es. Obwohl er gewusst hatte, was ihn erwartete, war er vor Grauen wie gelähmt. Wo Sedek's Zelt gestanden hatte, erhob sich nun ein wahrer Wald von Fähnen dreißig, fünfzig, vielleicht hundert, oder mehr. Teppesch hatte den Schmerz bis in nie gekannte Tiefen erforscht, nachdem die Schlacht vorüber gewesen war. Es kostete Andrei unendliche Überwindung weiterzugehen, aber er musste es. Es gab noch etwas, was getan werden musste. Andrei schritt methodisch Pfahl für Pfahl ab. Die meisten Opfer waren längst tot, während der grausamen Prozedur oder gleich danach gestorben, aber einige wenige Unglückliche lebten tatsächlich noch. Andrei erlöste sie mit einem raschen Stich ins Herz von ihren Qualen, und bei jedem Einzelnen hasste er sich mehr dafür, Teppisch nicht getötet zu haben, als er die Gelegenheit dazu hatte, ganz gleich, was danach mit ihm geschehen wäre. Er war vollkommen erschöpft, als er seine Aufgabe beendet hatte. Er war Krieger, sein Handwerk war der Tod, und er hatte geglaubt, dass es nichts mehr geben würde, was ihn noch entsetzen konnte, aber das stimmte nicht. Es gab immer eine Steigerung. Unweit der Stelle, an der Seliks Zelt gestanden hatte, ließ er sich zu Boden sinken und lehnte Rücken und Kopf an einen der schrecklichen Pfähle. Er schloss die Augen. Das Schwert in seiner Hand schien von unglaublichem Gewicht zu sein. Wären seine Verfolger in diesem Moment aufgetaucht, er hätte sich wahrscheinlich nicht einmal gewehrt. Stattdessen hörte er Schritte. Und noch bevor er die Stimme hörte, wusste er, dass es Abu Dun war, der auf leisen Sohlen hinter ihm erschien. Ich wusste, dass du hierher kommen würdest, Hexenmeister. Ohne die Augen zu öffnen, antwortete André: "Nenn mich nicht so Pirat." Abodun lachte leise, kam näher und ließ sich mit untergeschlagenen Beinen neben ihn sinken. Erst dann öffnete André die Augen und drehte den Kopf, um den Sklavenhändler anzusehen. Abodun wirkte erschöpft, aber er sah überraschend sauber aus, bedachte man, was er hinter sich hatte. Erst danach fiel André auf, dass er auch andere Kleider trug einen schwarzen kaftan unter einem gleichfarbenen mantel und einem ebensolchen turban das einzige was nicht schwarz an ihm war waren seine zähne und das weiß seiner augen andré drehte den kopf ein kleines stück weiter und sah dass abu nicht allein gekommen war in vielleicht zwanzig schritten entfernung war eine anzahl krieger erschienen männer mit dunklen gesichtern und schmalen bärten die fremdländische kleidung krummsäbel und schimmernde runde schilde trugen er war offenbar nicht der Einzige gewesen, der das Schlachtfeld genutzt hatte, um sich neue Waffen zu besorgen. Was tust du noch hier, Pirat? fragte er müde. Du hattest wirklich Zeit genug. Du könntest bereits eine Tagesreise weit weg sein. Das war ich, Hexenmeister, antwortete Abu Ich bin zurückgekommen. Dann bist du dumm. Deinetwegen. Dann bist du doppelt dumm, sagte André. Verschwinde, solange du es noch kannst. Es wird nicht mehr lange dauern, bis Tepeschs Häscher hier sind. Das waren sie bereits, antwortete Abudun. Acht Männer mit Büchsen und Armbrüsten bewaffnet. Sie haben auf dich gewartet. Er fuhr sich mit der flachen Hand über die Kehle. Sie sind tot. Anscheinend habe ich ihn schon wieder unterschätzt, sagte André. Aber bevor du mich für einen kompletten Narren hältst, ich habe keinen Moment lang geglaubt, dass er mich wirklich gehen lässt. Was mich zu einer Frage bringt, die nicht nur ich mir stelle. Warum ich noch lebe und hier bin, statt auf Teppischs Folterbank? Abodun nickte und Andrei erzählte ihm, was geschehen war. Abodun hörte schweigend zu, aber sein Gesicht verdüsterte sich mit jedem Wort, das er hörte. "Dieses dumme Kind", sagte er schließlich. "Dracul wird ihn umbringen, sobald er hat, was er von ihm will." "Oder er begreift, dass er es nicht bekommen kann", bestätigte Andrei. "Ich muss zurück, Abodun. Ich muss Frederik retten." "Das wäre nicht besonders klug", sagte Abodun. Er machte eine Kopfbewegung zu den Männern, die mit ihm gekommen waren. Sultan Mehmet hat mir diese Krieger mitgegeben, damit wir die Lage erkunden, aber sie sind nur die Vorhut. Sein gesamtes Heer ist auf dem Weg hierher, mehr als 3000 Mann. Petershausen wird brennen und danach Burgweichs. Mehmet? André dachte einen Moment nach, aber er hatte diesen Namen noch nie gehört. Sein Heer war auf dem Weg nach Westen, doch als er hörte, was hier geschehen ist, hat er kehrt gemacht. Diese Gräueltat wird nicht ungesühnt bleiben. Die Menschen in Petershausen können nichts dafür, sagte André. Sie hassen Teppisch genauso wie du oder ich. Ich weiß, antwortete Abodun. Aber der Angriffsbefehl ist bereits gegeben. Jeder einzelne Mann in Memets Heer hat Vlad Dracul den Tod geschworen. Und wer es noch nicht getan hat, der wird es tun, wenn er das hier sieht. Andrei ahnte, wie sinnlos jedes weitere Wort war. Aber er musste es wenigstens versuchen. Noch mehr Tote, murmelte er. Es werden wieder Menschen sterben. Hunderte auf beiden Seiten. So ist nun einmal der Krieg, sagte Abodun. Das hier ist kein Krieg, widersprach Andre. Es geht nur um einen einzelnen Mann. Und um ein Mädchen und einen Knaben? fragte Abudun. Wie meinst du das? Abudun schwieg einen kurzen Moment. Wenn Memets Krieger Weix stürmen, dann werden auch sie sterben, sagte er. Du weißt, wie es in solchen Momenten ist. Niemand wird überleben. Ich kann nichts tun, um Mehmet davon abzubringen. Er hat einen heiligen Eid geschworen, nicht eher zu ruhen, bis Tepeschs Kopf auf einem Speer vor seinem Zelt steckt. »Du kennst diesen Mehmet?« »Ich habe mit ihm gesprochen,« bestätigte Abudun. »Mir nicht. Er ist ein aufrechter Mann, aber auch sehr hart. Teppesch wird sterben. Sein Heer wird noch heute hier eintreffen.« Andrei überlegte fieberhaft. Es gab keine andere Möglichkeit. »Und wenn tepesch bis dahin tot wäre?« »Ich habe befürchtet, dass du das fragst,« seufzte Abudun. Aber Andrei wusste, dass das nicht ganz die Wahrheit war. Er hatte es nicht befürchtet, er hatte es gehofft. »Das ist keine Antwort.« ich kann sie dir auch nicht geben, sagte Abu Ich kann nicht für Mehmet sprechen. Ich lebe nur noch, weil er mich braucht. Du? Abu lachte auf. Meinst du, wir wären ganz selbstverständlich Brüder nur, weil mein Gesicht schwarz ist und ich einen Turban trage? Bist du hier willkommen, weil dein Gesicht weiß ist? Nein, aber Mehmet ist Soldat, fuhr Abu fort. Er ist hierher gekommen, um dieses Land zu erobern. Aber ich glaube nicht, dass er Krieg gegen Frauen und Kinder führt. Er bewegte nachdenklich den Kopf. Weißt du, warum du noch lebst? Weil nicht einmal der Teufel meine Seele will, vermutete André. Die Männer wollten dich töten, sagte Abudun ernst. Sie haben dich am Leben gelassen, als sie sahen, was du getan hast. Er blickte auf das blutige Schwert hinab, das André noch immer in der Hand hielt, und lachte erneut auf diese fast angstmachende Art. Es ist schon erstaunlich, dass ein Mann, den alle für einen Abgesandten des Teufels halten, barmherziger ist als einer, der von sich behauptet, in Gottes Auftrag zu handeln. Er seufzte tief. Hast du den Mut, in Mehmeds Lager zu reiten und ihm gegenüberzutreten? Überlege dir deine Antwort gut. Es könnte dich dein Leben kosten. Andr lachte. Das ist etwas, woran ich mich allmählich schon fast gewöhnt habe, sagte er. Er stand auf. Habt ihr ein überzähliges Pferd für mich? Als Dieb bin ich anscheinend nicht sehr talentiert. Ich habe das schlechteste Tier erwischt, das es auf Teppischsburg gab. Mehmet war ein sehr großer, schlanker Mann mit heller Haut und beinahe abendländischen Gesichtszügen. Seine Augen waren schwärzer als eine mondlose Nacht. Er sprach nicht viel, aber wenn, dann tat er es in knappen Sätzen und fast ohne Akzent. Sie hatten fast den halben Tag gebraucht, um sein Heer zu erreichen, das aus einer gewaltigen Anzahl ausnahmslos berittener Krieger und einer beinahe noch größeren Zahl von Packpferden und Wagen bestand. Wie sich zeigte, war Abuduns Warnung nicht übertrieben gewesen. Andrej wurde zwar nicht angegriffen, aber die Blicke, die die Männer ihm zuwarfen, waren nicht freundlich. Es war blanker Hass, der ihm entgegenschlug. Tepeschs Gräueltat hatte sich offenbar ein Windeseile unter den Kriegern herumgesprochen, und André fragte sich, was geschehen würde, wenn sich die aufgestaute Wut dieser Männer entlud. Es würde ein zweites, noch viel schrecklicheres Gemetzel geben, und diesmal würde es deutlich mehr abendländisches Blut sein, das floss als muslimisches. Er hatte sowohl die Verteidigungsanlagen Petershausens als auch die von Burg Weix gesehen, beide würden dem Ansturm dieses Heeres nicht standhalten. Durch Abuduns Vermittlung wurde er zwar zu Mehmet vorgelassen, musste jedoch seine gerade erst gewonnenen Waffen und Rüstungsteile abgeben. Inmitten Tausender von Kriegern brauchte der Sultan ihn nicht zu fürchten. Was er wirklich war, wusste Mehmet nicht. Mehmet ritt auf einem gewaltigen weißen Araberhengst im vorderen Drittel seines Heeres, umgeben von einem halben Dutzend schwerbewaffneter Krieger, die offensichtlich seine Leibwache darstellten. Die Männer waren deutlich prachtvoller und auch ehrfurchtgebietender gekleidet als er. Mehmet selbst trug nur ein einfaches weißes Gewand und einen schlichten Turban. Er war nicht einmal bewaffnet. Sie hielten nicht an. André lenkte sein Pferd neben das des Sultans, nachdem er seine Waffen abgegeben hatte. Abu und Mehmet führten den ersten Teil des Gespräches auf Arabisch und obwohl André kein Wort verstand, entging ihm doch nicht, dass in zum Teil sehr heftigem Tonfall gesprochen wurde. Mindestens einmal deutete Mehmet mit zornigen Gesten auf ihn. Und schließlich brachte er Abu Dhan mit einer herrischen Handbewegung zum Schweigen und wandte sich direkt an Andrei. Du willst also, dass ich den Angriff abbreche, sagte er. Warum? Andrei überlegte sich seine Antwort sehr genau. Weil es ein unnötiges Blutvergießen wäre, sagte er. Viele Menschen würden sterben, nicht nur meine Leute, auch deine. So ist nun einmal der Krieg. Das hier hat nichts mit dem Krieg zu tun, antwortete Andrei. Es geht nur um einen einzelnen Mann. Den Drachenritter, Mehmet nickte. Was bedeutet er dir? Teppisch, er ist ein Teufel. Ich habe ihm den Tod geschworen. Und trotzdem willst du, dass ich seine Burg nicht angreife? Warum? André entschied, Mehmet die Wahrheit zu sagen. Der Araber war ein Mann, den man besser nicht belog. Es gibt jemanden in der Burg, der mir sehr viel bedeutet, sagte er ehrlich. Meinen Sohn und eine Frau. Wenn du Weix angreifst, werden sie wahrscheinlich getötet. Wahrscheinlich, bestätigte Mehmet so wie Vlad Tepesch und alle seine Krieger und die beiden Teufel, die an seiner Seite reiten. Und wie viele von deinen Männern? Was kümmert es dich?", fragte Mehmet. "Jeder Krieger, der heute fällt, wird in den nächsten Schlachten gegen euch verdammte Christenbrut fehlen. Du solltest dich freuen." "Der Tod von Menschen freut mich nie", antwortete Andrei. Er sah in Mehmets Gesicht, dass das nicht die Antwort war, die er hatte hören wollen. Nach kurzem Schweigen fuhr er fort: »Es ist nicht mein Krieg, und es ist auch nicht mein Land. Dieses Land hat meine ganze Familie ausgelöscht. Brenne es nieder, wenn du willst. Mich interessieren nur der Junge und die Frau.« Mehmet dachte eine ganze Weile über diese Antwort nach. »Und die beiden Teufel?« fragte er schließlich. »Sie sind bereits tot,« antwortete Andrei. »Einen habe ich getötet, den anderen hat Teppisch selbst hinrichten lassen.« Dun warf ihm einen überraschten Blick zu, und Andrei fügte hinzu, er hat sie selbst gefürchtet. »Wer einen Pakt mit dem Teufel eingeht...« der muss damit rechnen, das schlechtere Geschäft zu machen.« »Und womit muss ich rechnen?«, fragte Mehmet. »Sag den Angriff auf Weix ab und du bekommst Teppisch«, antwortete André. Mehmet verzog die Lippen zu einem dünnen Lächeln. »Das ist ein schlechtes Angebot«, sagte er. »Ich müsste dir trauen und warum sollte ich das? Nur weil du es sagst? Oder auf das Wort eines Piraten hin, der selbst in seiner Heimat mehr Feinde als Freunde hat?« »Was hast du zu verlieren?«, fragte André. »Gib mir einen Tag. Wenn ich bis dahin nicht zurück bin und dir Tepeschs Kopf liefere, kannst du weichs bis auf die Grundmauer niederbrennen.« <laughs> »Was für ein großzügiges Angebot«, sagte Mehmet spöttisch. Er schüttelte den Kopf. »Nein, meine Männer würden mir den Gehorsam verweigern. Sie schreien nach Rache. Diese Bluttat muss gerecht werden.« »Aber ich gebe dir zwanzig von meinen Männern mit«, fuhr Mehmet fort. Das Heer wird weiterziehen. Wir werden unseren Vormarsch nicht verlangsamen, aber auch nicht beschleunigen. Ihr allein seid schneller als wir. Du hast einen guten Vorsprung. Übergibst du mir Teppisch, lasse ich Petershausen ungeschoren und auch Burg Weix. Vorausgesetzt, seine Bewohner liefern alle ihre Waffen ab. Wenn nicht, brenne ich beides nieder. Ich reite allein, sagte Andrei. Deine Männer würden mich nur behindern. Wir reiten allein, verbesserte ihn Abodun. Mehmet schüttelte den Kopf. Stell meine Geduld nicht auf die Probe, Ungläubiger, sagte er. Ich könnte auf den Gedanken kommen, dass der Drachenritter dich geschickt hat, um meine Truppen abzulenken oder gleich in eine Falle zu locken. Ich kann nur allein in die Burg kommen, gab Andre zu bedenken. Meine Männer werden euch begleiten, sagte Mehmet bestimmt. Bringst du Teppich heraus, lasse ich Stadt und Burg unversehrt. Kommst du ohne ihn, stirbst du. Er sah erst Abu Dún, dann andre Ernst und durchdringend an. Morgen bei Sonnenaufgang wird ein abgeschlagener Kopf meine Zeltstange zieren. Es liegt bei dir, ob es der des Drachenritters oder dein eigener ist. Er wartete auf eine Antwort. Dann wandte er sich an einen der Männer in seiner Begleitung. Gebt diesen beiden frische Pferde. Und du, Pirat, er sah Abudun an. Bist du sicher, dass du ihn begleiten willst? Noch bist du ein freier Mann, aber wenn du mit ihm davonreitest, dann gehst du dasselbe Risiko ein wie er. Es könnte sein, dass dein Kopf morgen früh neben seinem auf einem Speer steckt. Ich habe nichts zu verlieren, sagte Abu außer deinem Kopf. Mehmet seufzte. Gut, es ist deine Entscheidung. Also geht. Und Delani? Ja? fragte Andre. Teppisch, sagte Mehmet. Ich will ihn lebend. Obwohl der Weg zurück nach Weix nicht lang war, kam er André weit und anstrengend vor. Sie hatten die Pferde geschunden, bis sie beinahe zusammenbrachen, und drei der zwanzig Männer, die Mehmet ihnen mitgegeben hatte, fielen unterwegs zurück und verloren schließlich ganz den Anschluss. Der Rest folgte ihnen in geringem Abstand, nicht nahe genug, um ihnen das Gefühl zu geben, Gefangene zu sein, aber auch nicht weit genug, um den Gedanken an eine Flucht aufkommen zu lassen. André musste gestehen, dass er ihm mehr als einmal gekommen war. Seine Aussichten, unbemerkt in die Burg einzudringen, Frederik und Maria zu befreien und Tepesch nicht nur zu überwältigen, sondern ihn auch noch lebend aus der Burg und in Mehmeds Lager zu bringen, waren klein. Dafür war die Möglichkeit, ihrer Eskorte zu entkommen, nicht einmal so schlecht. Auf jeden Fall besser, als das Unmögliche zu versuchen und den Drachen in seinem eigenen Bau zu besiegen. Aber er würde es nicht tun. Er musste zurück, selbst wenn es seinen sicheren Tod bedeutete. Wenn er es nicht tat und die einzigen Menschen verriet, die ihm noch etwas bedeuteten, dann war er nicht besser als die beiden Vampire, die er getötet hatte. Sie ritten bis in den Nachmittag hinein, ohne mehr als eine kurze Rast einzulegen, während der sie die Pferde tränkten und sich von den Vorräten stärkten, die man mit ihnen mitgegeben hatte. André hatte sich Sorgen gemacht, was geschehen würde, wenn sie auf Soldaten trafen, doch sie blieben unbehelligt. Heer schien sich ebenso rasch aufgelöst zu haben, wie er es zusammengepresst hatte. Erst als sie sich Burg Weix schon fast bis auf Sichtweite genähert hatten, brach Abudun das ungute Schweigen, das im Laufe des Nachmittags zwischen ihnen geherrscht hatte. André vermutete, dass er seinen Entschluss, ihn zu begleiten, schon längst bereute. Hast du dir schon Gedanken darüber gemacht, wie du in die Burg hineingelangen willst? fragte er. Nein, antwortete André. Er hob die Schultern. Ich werde mir etwas ausdenken müssen. Ein kluger Plan, sagte Abudun spöttisch. »Sicherlich wird er Teppisch vollkommen überraschen.« »Das will ich doch hoffen«, antwortete André. »Was erwartest du? Ich habe dich nicht aufgefordert, mich zu begleiten.« »Eigentlich schon«, behauptete Abudun. »Mir ist selten ein solcher Narr wie du untergekommen. Ich möchte zu gern sehen, wie die Geschichte ausgeht.« »Das wirst du«, sagte André. »Aber wenn du Pech hast, von der Höhe einer Zeltstange aus.« Abudun zog eine Grimasse. »Um das zu verhindern, frage ich, was du vorhast«, sagte er. Du musst doch einen Plan haben." "Nein", antwortete Andrej in einem Ton, von dem er hoffte, dass er ihm diesmal glaubte. "Ich muss in die Burg kommen, das ist alles, was ich weiß." "Du könntest ans Tor klopfen", schlug Abodun vor. Andrej schenkte ihm einen erzürnten Blick, aber Abodun hob rasch die Hand und fuhr fort: "Das ist vielleicht kein so schlechter Plan. Wir könnten uns für Männer des Fürsten ausgeben und dich als Gefangenen in die Burg zurückbringen." Andrej dachte einen Moment ernsthaft über diesen Vorschlag nach, schüttelte dann aber den Kopf. Das würde nicht funktionieren, sagte er. Du könntest dir Flügel wachsen lassen, sagte Abudun düster und über die Mauer fliegen. Was ist mit dem Geheimgang? Nachdem Teppisch ihn uns selbst gezeigt hat und du ihn mit zwanzig Gefangenen als Fluchtweg benutzt hast, André schüttelte heftig den Kopf. Ich werde über die Idee mit dem Fliegen nachdenken. Abudun schwieg und auch André zog es vor, das Gespräch nicht fortzusetzen. Mit jeder Idee, die sie erwogen und wieder verwarfen, wurde ihm die Ausweglosigkeit ihrer Situation klarer. Sie ritten weiter, bis sie der Burg sehr nahe waren, dann wurde Andrei langsamer und hielt schließlich an. Die bewaldete Ebene, auf der Weix lag, schien menschenleer, aber zwischen den Bäumen konnte sich eine ganze Armee verbergen. Und selbst wenn dem nicht so war, würden die Wachen auf den Burgmauern sie sehen, sobald sie auch nur einen Fuß über die letzte Hügelkette gesetzt hatten. Wir rasten hier bestimmte Andrej. Und warten. Abodun hatte Mühe, sein Pferd ruhig zu halten. Das Tier tänzelte vor Erschöpfung, flockiger weißer Schaum troff von seinen Nüstern. Warten? Worauf? Dass es dunkel wird, antwortete Andrej. Wusstest du nicht, dass wir uns nur bei Dunkelheit in Fledermäuse verwandeln können? Aboduns Pferd tänzelte unruhiger. Er hatte große Mühe, es auf der Stelle zu halten, machte aber trotzdem keine Anstalten, abzusteigen. Ihr bleibt hier, bestimmt Andrej. Ihr? Und du? Ich warte, bis die Dämmerung hereinbricht, antwortete Andrej. Sobald es dunkel ist, steige ich über die Mauer und versuche, Frederik und Maria zu finden. Ihr wartet auf mich. Das werden unsere Freunde nicht gerne hören. Abudun deutete auf die türkischen Krieger. Auch sie hatten angehalten, hielten aber noch immer einen gewissen Abstand ein. Und ich auch nicht. In der Burg sind zu viele Soldaten. Ich habe nicht vor, mein Schwert zu ziehen und Weix zu stürmen, antwortete Andrej. Er hob die Stimme und drehte sich zu den Türken herum. Versteht einer von euch unsere Sprache? Einer der Männer stieg aus dem Sattel und kam steifbeinig näher. Der Gewaltritt war auch an diesem Krieger nicht spurlos vorübergegangen. Er sah Andrei aufmerksam in die Augen und nickte. Von hier aus gehe ich allein weiter, sagte er. Ihr wartet bis die Sonne untergegangen ist, dann folgt ihr mir. Aber seid vorsichtig. Teppisch hat mit Sicherheit Wachen aufgestellt. Der Mann schwieg eine geraume Weile, und als André kaum noch damit rechnete, antwortete er schleppend und mit einem Dialekt, der seine Worte bis zu den Grenzen der Unverständlichkeit verzerrte. Wir kommen mit. Der Sultan hat es befohlen. Das weiß ich, antwortete André. Aber ich brauche euch hier draußen. Nur ein Mann allein hat eine Chance, unbemerkt in die Burg zu kommen. Aber ich brauche möglicherweise jemanden, der meinen Rücken deckt. Er war nicht ganz sicher, ob der Mann verstand, was er sagte, aber er widersprach nicht sofort, so dass er mit einer deutenden Geste fortfuhr. Es gibt einen geheimen Weg in die Burg hinein. Dun kennt ihn. Er wird euch dorthin bringen. Hast du nicht gerade selbst gesagt, dass wir diesen Weg nicht mehr nehmen können? fragte Abudun. Nicht hinein, antwortete Andrei, aber vielleicht hinaus. Er zuckte mit den Schultern. Irgendeinen Treffpunkt brauchen wir schließlich, oder? Du erinnerst dich an den Platz, den Teppisch uns gezeigt hat? Dun nickte. Dann treffen wir uns dort, nach Sonnenuntergang. Wenn ich bis Mitternacht nicht zurück bin, dann braucht ihr nicht mehr auf mich zu warten. Es dämmerte, als er sich der Rückseite der Burg näherte. Bikes sah mehr denn je aus wie ein Schatten, dem es gelungen war, Substanz zu gewinnen. Obwohl aus der Burg mannigfaltige Geräusche herüberwehten, hatte André das Gefühl, von einer unheimlichen, lastenden Stille umgeben zu sein, die alles, was er hörte, auf sonderbare Weise unwirklich werden ließ, so dünn und zerbrechlich, als hätte es plötzlich einen Teil seiner Bedeutung verloren. Gleichzeitig schien sich seine Sinne jedoch deutlich geschärft zu haben. Er hörte Stimmfetzen und raues Gelächter aus der Burg, das Prasseln von Feuer und etwas wie eine Melodie, die jemand ziemlich schlecht auf einer Laute spielte, die noch dazu verstimmt war. Aber er hörte auch die vielfältigen Geräusche des Waldes, das Flüstern des Windes in den Baumwipfeln, das Knacken der Zweige, das Rascheln der Tiere, die sich im Laub bewegten, irgendwo das Rufen eines Nachtvogels. Er war sicher, dass er selbst das Rascheln der Ameisen und die leisen Grabgeräusche der Würmer unter der Erde gehört hätte, hätte er sich nur ausreichend darauf konzentriert. Es war unheimlich, mehr noch, es machte ihm Angst. Diese unheimliche Sinneschärfe hatte begonnen, als die Sonne untergegangen war, und sie nahm weiter zu, je dunkler es wurde. Etwas von dieser Dunkelheit schien nun auch in ihm zu sein. Er war zu einem Geschöpf der Nacht geworden. André schüttelte den Gedanken mit einiger Mühe ab und sah wieder zur Burg. Er hatte sich Weix von der Rückseite her genähert und befand sich nun unweit der Stelle, zu der Teppisch sie vor zwei Tagen geführt hatte. Ganz kurz hatte er sogar daran gedacht, den verborgenen Einstieg zu suchen und Weix auch diesmal durch den unterirdischen Gang zu betreten, sich dann aber dagegen entschieden. Er glaubte nicht daran, dass Teppisch den Gang in eine Todesfalle verwandelt hatte, wie Abudun es anzunehmen schien. Für einen Mann wie Vlad Dracul war dieser Fluchttunnel viel zu wertvoll. Teppesch musste nur die einfache Bewegung ausführen, die notwendig war, um einen Riegel vorzulegen. Die Tür war massiv genug, um den Raum am Ende des Geheimganges in eine unentrinnbare Falle zu verwandeln. Es gab nur zwei Wege in die Burg hinein, durch das Tor oder über die Mauer. André hatte sich für den Weg über die Mauer entschieden, schon weil es der eindeutig schwerere Weg war und niemand erwartete, dass jemand auf diese Weise in die Festung eindrang. Die Mauern waren annähernd acht Meter hoch und vollkommen senkrecht. Früher einmal waren sie glatt verputzt gewesen, aber Weix war alt. Mehrere Generationen lang hatten der Wechsel der Jahreszeiten und das räuberische Wetter Zeit gehabt, an ihren Mauern zu nagen. André war ein guter Kletterer. Er war sicher, dass es ihm gelingen würde, die Mauer unbemerkt zu ersteigen. Hinter den zerfallenen Zinn patrouillierten Wachen, die ihn nicht schrecken konnten. André wusste, wie Männer auf einer Nachtwache dachten und handelten. Solange er kein verräterisches Geräusch machte, würde niemand stehen bleiben und sich über eine mehr als anderthalb Meter dicke Mauer beugen, um senkrecht in die Tiefe zu sehen. Es war zu unbequem. Der einzig wirklich gefährliche Moment war der, in dem er den Streifen deckungsloses Gelände zwischen dem Waldrand und der Burg überqueren musste. Er wartete, bis der Posten auf der ihm zugewandten Seite am Ende seines Weges angelangt war, eine kurze Pause einlegte und kehrt machte. Dann huschte er geduckt los und rannte zur Burgmauer. Seine dunkle Kleidung schützte ihn. Er bewegte sich so gut wie lautlos. Kein Alarmruf gelte durch die Nacht. Es wurden keine Fackeln geschwenkt. Das große Tor blieb geschlossen. André presste sich mit dem Rücken gegen den rauen Stein, lauschte in sich hinein und wartete, bis sich sein hämmernder Pulsschlag beruhigt hatte. Dann drehte er sich herum, tastete mit Finger und Zehenspitzen nach Halt und begann zu klettern. André war selbst ein wenig erstaunt, wie leicht es ihm fiel. Er war im Klettern geübt gewesen, aber nun erklomm er die Wand beinahe ohne Mühe. Seine Einschätzung war richtig gewesen. Der Mauerverputz existierte nur noch in zerbröckelnden Resten, so daß seine Finger und Zehen überall Halt fanden. So schnell, als hätte er sein Lebtag nichts anderes getan, kroch er die acht Meter hohe Wand hinauf und hielt dicht unterhalb der Zinnenkrone inne. Er konnte die Schritte des Wachtpostens über sich deutlich hören. Ja, er konnte fast genau sagen, wo er sich befand und in welchem Tempo er sich näherte. Sogar den Atem des Mannes hörte er. Diese neu gewonnenen Fähigkeiten erstaunten ihn. Es war mehr von dem Vampir in ihm, als er bisher gewusst hatte, und er fragte sich, fast ängstlich, was geschehen mochte, wenn er diese Kräfte wirklich entfesselte. Er würde es erleben. Als sich die Schritte des Mannes wieder entfernten, zog er sich in die Höhe und mit einer kraftvollen Bewegung über die Mauerkrone. So lautlos dies vonstatten gegangen war, er mußte doch ein verräterisches Geräusch gemacht haben, denn die Wache hielt mitten im Schritt inne und fuhr erschrocken herum. André zögerte nicht. Mit einer blitzschnellen Bewegung war er bei ihm, presste ihm eine Hand über Mund und Nase und tastete mit der anderen nach der empfindlichen Stelle an seinem Hals. Seine Fingerspitzen fanden einen bestimmten Nervenknoten und drückten zu. Der Mann erschlaffte in seinen Armen und brach zusammen wie eine Marionette, deren Fäden man durchschnitten hatte. André fing ihn instinktiv auf, ließ ihn fast sanft zu Boden sinken und tastete nach seinem Puls. Der Mann lebte, befand sich aber in tiefer Bewusstlosigkeit. Vollkommen verblüfft starrte André abwechselnd den Bewusstlosen und seine eigenen Hände an. Er hatte nicht gewusst, was er tat, er hatte es einfach getan. So selbstverständlich, wie er einen Fuß vor den anderen setzte oder ein- und ausatmete, er horchte in sich hinein. Wozu war er noch fähig? Obwohl André sicher war, dass der Mann eine ganze Weile lang bewusstlos bleiben würde, fesselte er ihn sorgfältig und verpasste ihm noch einen sicheren Knebel. Erst dann huschte er geduckt zum Ende des Wehrganges und warf einen langen, prüfenden Blick in den Burghof hinab. Er erkannte jetzt Einzelheiten und Details, die ihm bei seinem letzten Aufenthalt noch nicht aufgefallen wären. Hätte ihn der Gedanke nicht zu so sehr erschreckt, wäre er zu dem Schluss gekommen, dass er nachts besser sehen konnte als am Tag. Der Burghof unter ihm war fast leer. Der Stapel mit Beutegut war noch einmal gewachsen und neben dem Tor lehnte ein einsamer Wächter an der Wand und kämpfte darum, nicht einzuschlafen. Zwei weitere Männer patrouillierten auf den Wehrgängen, waren aber viel zu weit entfernt, um ihn bei der herrschenden Dunkelheit zu erkennen. Sicher gab es auch Posten hinter den Turmfenstern, doch auch sie stellten keine Gefahr dar. Aus dem Hauptgebäude drangen gedämpfte Stimmen und zwei Fenster waren schwach erleuchtet, aber im Großen und Ganzen schien Weix bereits zu schlafen. Ganz weit entfernt, selbst für seine überscharfen Sinne kaum noch wahrnehmbar, glaubte er Schreie zu hören. Dann sah er etwas, das seine Aufmerksamkeit auf sich zog. Der Käfig, in den sie Vater Dominikus gesteckt hatten, hing an einer Kette unweit des Tores zwei Meter über dem Boden, und er war nicht leer. Vater Dominikus lag gekrümmt auf den rostigen Gitterstäben. André konnte nicht sagen, ob er noch lebte. Er empfand nicht eine Spur von Mitleid, aber sein Gesicht verdüsterte sich noch weiter. Hatte er wirklich geglaubt, dass Teppisch sein Wort hielt? Maria. Teppisch hatte versprochen, auch Maria kein Haar zu krümmen. Andrei überlegte, in den Hof hinunterzugehen und die Wache am Tor zu überwältigen, entschied sich aber dagegen. Mit jedem ausgeschalteten Soldaten stieg auch die Gefahr, entdeckt zu werden. Ein unaufmerksamer Posten war besser als einer, der plötzlich verschwunden war und dessen Fehlen bemerkt werden konnte. Stattdessen wandte er sich in die entgegengesetzte Richtung und huschte zum anderen Ende des Wehrganges, wobei er geschickt jeden Schatten als Deckung ausnutzte und sich vollkommen lautlos bewegte. Die Tür, vor der der Wehrgang endete, führte in den großen Hauptturm der Festung und war von innen verschlossen, wie André erwartet hatte. Doch vier oder fünf Meter über ihm gab es zwei Fenster. Schmal, aber nicht so schmal, dass er sich nicht hindurchzwängen konnte. Nach einem letzten sicheren Blick in den Burghof, Kletterte er hinauf, zwängte sich mit einiger Mühe durch die schmale Öffnung und fand sich in einer kleinen, unbeleuchteten Kammer wieder. Er hatte abermals Glück. Die Tür war nicht verschlossen, und auch der schmale Gang dahinter war leer. Der Position des Fensters nachzuschließen, durch das er eingestiegen war, mussten sich Teppischs Privatgemächer direkt über ihm befinden. Er konnte nur hoffen, dass sich Maria und Frederik noch dort oben aufhielten. Die Zeit, die gesamte Burg zu durchsuchen, hatte er nicht. André schlich bis zum Ende des Ganges, blieb einen Moment stehen und lauschte. Vor ihm lag eine Treppe. Alles schien vollkommen still zu sein. Dann hörte er die regelmäßigen Atemzüge eines Mannes, der offensichtlich dort oben Wache hielt, nicht allzu weit entfernt, aber eindeutig zu weit, um ihn überraschen zu können, ohne dass er Gelegenheit fand, einen Schrei auszustoßen. André sammelte sich kurz. Dann betrat er mit einer gelassen wirkenden Bewegung, aber leicht gesenktem Blick, damit man sein Gesicht nicht sah, die Treppe. Er hatte sich getäuscht. Diesmal hatten ihn seine neu erworbenen Sinne im Stich gelassen. Die Treppe endete nach etwa fünfzehn Stufen vor einer geschlossenen Tür, und davor standen nicht ein, sondern zwei Männer. Er legte fast ein Drittel der Entfernung zurück, ehe einer der beiden ihn ansprach. Hey da, wer bist du? Was willst du hier? Der Fürst ist nicht da. Ich weiß antwortete André, ohne den Kopf zu heben. Er ging schnell, aber ohne sichtbare Hast weiter und versuchte die Männer aus den Augenwinkeln zu begutachten, ohne sie direkt anzusehen. Er war sicher, dass jeder Mann hier auf der Burg sein Gesicht kannte. Die beiden wirkten überrascht und leicht angespannt, aber nicht beunruhigt. Teppisch hat mich geschickt, ich soll das Mädchen holen. Welches Mädchen? Wie. André war nah genug. Mit einer vollkommen geschmeidigen Bewegung schnellte er vor und war plötzlich zwischen den Männern. Er sah, wie sich die Augen des einen vor Entsetzen weiteten, als er ihn erkannte, während der andere nach seiner Waffe griff. Ihre Bewegungen erschienen ihm langsam. Andrej schlug dem einen die Handkante vor den Adamsapfel. Noch während der Mann würgend und nach Luft zusammenbrach, packte er das Handgelenk des zweiten und verdrehte es mit einem Ruck. Andrej tastete mit der anderen Hand nach seinem Hals und zog die Finger im letzten Moment wieder zurück. „Das Mädchen“, fragte er scharf, „die Schwester des Inquisitors, wo ist sie?“ der Mann wimmerte vor Schmerz, antwortete aber nicht, sondern sah ihn nur aus entsetzten Augen an. André verstärkte den Druck auf seine Hand noch und der Soldat ächzte. »Sprich!« Das darf ich nicht! wimmerte der Posten. Tepech wird mich töten! Töten? André lachte. Das ist nichts. Du weißt, wer ich bin. Er hob die rechte Hand, krümmte die Finger zu einer Kralle und tat so, als wolle er sie dem Mann in die Augen schlagen. Dann weißt du auch, wozu ich fähig bin. Nein, wimmerte der Soldat. Bitte nicht. Sie ist in Teppich gemacht. Die Tür am Ende des Ganges. Wie viele Wachen? Rede. Keine, wimmerte der Mann. Das ist die Wahrheit. Der Fürst duldet keine Männer mit Waffen in seiner Nähe, wenn er sich zurückzieht. Andrej griff nun doch nach seinem Hals und drückte kurz und hart auf den Nervenknoten. Der Mann brach wie vom Blitz getroffen zusammen. Andrej verzichtete darauf, ihn zu fesseln, ging jedoch noch einmal zu dem zweiten Wachtposten zurück, um ihn auf den Rücken zu drehen. Der Mann war tot. Es war nicht Andres Schlag gewesen, der ihn getötet hatte. Er war etliche Stufen weit die Treppe hinuntergestürzt und hatte sich den Schädel eingeschlagen. Andres Hände begannen zu zittern. Das Gesicht des Toten war rot von Blut, das aus einer tiefen Wunde an seiner Stirn quoll. Der Anblick brachte ihn fast um den Verstand. Die Gier war wieder da. Für einen Moment wollte er nichts mehr, als die Lippen auf diesen pulsierenden Strom zu pressen, die bittere Süße aufzusaugen und das Blut und die erlöschende Lebenskraft des Mannes aus ihm herauszureißen. Was machte es schon? Der Mann starb sowieso, und es war nicht schlimm, wenn er seine Lebenskraft nahm, die ohnehin verloren war und verblassen würde. Es gelang ihm nur mit größter Mühe, die Schultern des Toten loszulassen und sich aufzurichten. Er widerstand der brodelnden Gier, aber nur mit allerletzter Kraft. André ging wieder nach oben, öffnete die Tür und fand sich in dem schwach erhellten Gang wieder, in dem er bei seinem ersten Aufenthalt gewesen war. Es gab keine weiteren Wachen, aber er hörte ein leises Schluchzen, das durch die geschlossene Tür am anderen Ende des Ganges drang. André bewegte sich im Laufschritt weiter, riss vergeblich an der Tür und stellte erst dann fest, dass der Riegel von außen vorgelegt war. Mit einer ungeduldigen Bewegung schleuderte er ihn zur Seite und stieß die Tür auf. Diesmal entrang sich seiner Kehle tatsächlich ein Schrei. Der große Raum wurde von mindestens fünfzig Kerzen erleuchtet, deren Licht in Andres empfindlich gewordenen Augen schmerzte. Im Kamin brannte ein gewaltiges Feuer, das die Luft im Raum unangenehm warm und fast schon stickig werden ließ. Zuerst glaubte er, der Posten hätte gelogen und Teppisch selbst stünde hinter der Tür und warte auf ihn. Dann erkannte er, dass es nur seine leere Rüstung auf einem aus Holz gezimmerten Ständer war. Außer ihm befand sich nur noch maria im zimmer sie lag auf drakuls übergroßem bett und war beinahe nackt als sie das geräusch der tür hörte fuhr sie erschrocken hoch und raffte die decken zusammen um ihre blöße zu bedecken sie weinte ihr haar war aufgelöst die rechte seite ihres gesichts war gerötet und begann bereits anzuschwellen unter ihrer nase und auf der oberlippe klebte ein wenig getrocknetes blut andré war mit wenigen schnellen schritten bei ihr maria schien ihn jedoch gar nicht zu erkennen denn sie prallte entsetzt vor ihm zurück Zog die Knie an den Leib und keilte beide Hände in das Bettlaken, das sie bis ans Kinn hochgezogen hatte. In ihren Augen flackerte eine Furcht, die die Grenzen zum Wahnsinn vielleicht schon überschritten hatte. "Maria", Andrej streckte die Hand nach ihr aus, aber sie schrak nur noch heftiger zusammen. Aus ihrem Weinen war ein krampfhaftes, gequältes Schluchzen geworden. "Maria, bitte." Andrej ließ sich behutsam auf die Bettkante sinken und zog den Arm weiter zurück er ließ die Hand halb ausgestreckt in einer helfenden Geste die es ihr überließ danach zu greifen maria hörte auf zu schluchzen aber sie zitterte so heftig dass das gesamte bettgestell zu beben begann ihr blick flackerte für die dauer eines atemzuges wusste andré dass sie ihn nicht erkannte dann schrie sie plötzlich auf und warf sich mit solcher wucht gegen ihn dass er um ein haar von seinem platz auf der bettkante gestürzt wäre sie begann wieder zu weinen lauter und heftiger als zuvor aber nun war es nicht mehr dieses krampfhafte, schmerzerfüllte Schluchzen, das sie schüttelte. Es waren andere Tränen, Tränen der Erleichterung, die den Schmerz nicht wegspülten, es aber ein wenig leichter machten, ihn zu ertragen. André hielt sie fest, bis sie ganz allmählich aufhörte zu zittern und ihre Tränen versiegten. Es dauerte lang. André wusste nicht, wie lange, aber es verging viel Zeit. Endlich, nach einer Ewigkeit, löste sich Maria wieder aus seiner Umarmung. Und rutschte ein Stück von ihm weg. tepesch Fragte er leise. Natürlich Tepech. Wer sonst? Ich habe versucht, mich zu wehren, sagte Maria. Aber er ist stark. Ich konnte nichts tun. Dafür werde ich ihn töten, sagte Andrei. Er meinte es ernst. Er hat mich hierauf geschafft, fuhr Maria fort, als hätte sie seine Worte gar nicht gehört. Er hat gesagt, ich bräuchte keine Angst zu haben. Dann kam er zurück. Seine Hände waren voller Blut, ich, ich habe mich gewehrt, aber er war einfach zu stark. Was sollte er sagen? Ganz gleich, welche Worte er gewählt hätte, sie hätten in ihren Ohren nur wie bitterer Hohn geklungen. So sah er sie nur an und wartete darauf, dass sie von sich aus weitersprach, aber Maria erwiderte lediglich stumm seinen Blick. Schließlich erhob sie sich und ging um das Bett herum zum Fenster. Es lag eine Art stumme Resignation darin, die ihren Schmerz vielleicht deutlicher zum Ausdruck brachte, als alle Tränen und jedes Wort gekonnt hätten. Teppisch hatte ihr alles genommen. Es gab nichts mehr, was sie noch hätte verteidigen können. Noch einmal, und diesmal mit einer kalten Entschlossenheit, nahm er sich vor, Teppisch zu töten. Maria starrte weiter aus dem Fenster auf den Hof hinab. Der Gitterkäfig mit Dominikus hing fast in gerader Linie unter dem Fenster auf der anderen Seite des Hofes. André bezweifelte, dass ihr Sehvermögen ausreichte, um jetzt mehr als Dunkelheit und Schatten dort unten zu erkennen, aber sie hatte den ganzen Tag über Zeit gehabt, aus diesem Fenster zu sehen. Aus keinem anderen Grund hatte Teppisch sie hier oben eingesperrt, statt in irgendeinem anderen Zimmer der Burg. Er wird dafür bezahlen, sagte er leise. Aber zuerst bringe ich dich hier raus. Draußen vor dem Tor wartet ein Freund, der dich wegbringt. Sie starrte noch eine endlose Weile aus dem Fenster, dann drehte sie sich wieder um, ging zum Bett zurück, und griff nach ihren Kleidern. Weißt du, wo Frederik ist? fragte er wieder zum Fenster gewandt. Nein. Er hat mich gleich hier aufgebracht, nachdem du gegangen warst. Aber kurz darauf hat er Männer losgeschickt, die dich suchen und töten sollten. Ich bin froh, dass sie dich nicht gefunden haben. Weißt du, wie viele Männer in der Burg sind? Er hat es mir nicht gesagt. Aber als er vorhin zu mir kam, da schäumte er vor Wut. Ich glaube, es ist ein weiteres osmanisches Heer im Anmarsch. Die meisten Soldaten sind fort, um die Verteidigung der Stadt zu organisieren oder Verstärkung zu holen. Ich glaube nicht, dass noch sehr viele hier sind. Das würde die geringe Anzahl der Wachen erklären, dachte Andrei. Aber es erklärte nicht die Tatsache, dass Teppisch auf Weichs geblieben war, statt selbst an der Spitze des Heeres zu reiten und sich dem neuen Gegner entgegenzuwerfen. Teppisch war vieles, aber eines gewiss nicht ein Feigling. Ich bin soweit, sagte Maria. Gut. André drehte sich um und ging zur Tür, ohne auch nur in ihre Richtung zu sehen. Bleib immer dicht hinter mir und sei leise. Sie verließen den Raum und auch den Flur, ohne jemanden zu treffen. Der Wächter draußen auf der Treppe war noch immer bewusstlos, auch den Toten hatte noch niemand gefunden. Andre lauschte, während sie sich rasch nach unten bewegten. Es herrschte fast vollkommene Stille. Einmal glaubte er ganz weit entfernt, einen Schrei zu hören, aber er war auch diesmal nicht sicher. Dann hatten sie das Ende der Treppe und damit die Tür zum Hof erreicht, und André gab Maria ein Zeichen, ein Stück zurückzubleiben und sich still zu verhalten. Er musste länger oben im Turm gewesen sein, als es ihm vorgekommen war, denn in der Burg war es mittlerweile vollkommen still geworden. Das Lachen und die Stimmen waren verstummt, nur hinter einem einzigen Fenster brannte noch Licht. Trotzdem gestikulierte André noch einmal in Marias Richtung, um ihr zu bedeuten, sie solle stehen bleiben. Dann straffte er die Schultern. Und ging mit selbstbewussten Schritten quer über den Hof. Der Post bemerkte ihn, noch bevor er die halbe Strecke zurückgelegt hatte. Aber wie seine beiden Kameraden vorhin im Turm, schöpfte er keinen Verdacht. Warum auch? Er sprach André an, als er noch fünf oder sechs Schritte von ihm entfernt war. Was willst du? Schick dich fürs Teppich?« Ja, antwortete André, nachdem er zwei weitere Schritte zurückgelegt hatte. Ich soll nach dem Pfaffen sehen. Lebt er noch? Vorhin hat er jedenfalls noch gelebt, antwortete der Wächter. Aber für Tepeschs Folterkammer taugt er nicht mehr. Er würde es nicht einmal. Andrej hatte ihn erreicht, trat mit einer fast gelassenen Bewegung neben ihn, dann mit einem blitzartigen Schritt hinter ihn und schlang ihm den linken Arm um den Hals. Mit der anderen Hand hielt er ihm Mund und Nase zu und zerrte ihn gleichzeitig zurück in den schwarzen Schlagschatten des Tores. Der Mann ließ seinen Speer fallen, der klappernd auf das harte Kopfsteinpflaster des Hofes fiel und begann verzweifelt in Andrejs Griff zu zappeln. Aber nur für einen Moment, bis André den Druck verstärkte und er nun endgültig keine Luft mehr bekam. Dimitri? Die Stimme drang von der Höhe des Wehrganges herab. Ist alles in Ordnung? Wenn du schreist, breche ich dir das Genick, zischte André. Hast du das verstanden? Der Mann nickte schwach und André nahm langsam die Hand von seinem Gesicht, bereit jederzeit wieder zuzupacken und seine Drohung wahrzumachen, sollte er auch nur einen verräterischen Laut von sich geben. Er rang jedoch nur keuchend nach Luft. Dimitri? Antworte, tu es, flüsterte André drohend. Beruhige ihn, mach keinen Fehler. Es ist alles in Ordnung, rief der Mann. Seine Stimme klang ein wenig atemlos, aber Andre hoffte, dass es seinem Kameraden oben auf dem Wehrgang nicht auffiel. Mir ist nur der Speer aus der Hand gefallen, ich wäre fast eingeschlafen. Die Antwort bestand aus einem kurzen Lachen. Lass sie nicht dabei erwischen! Dann setzte der Wächter seinen Rundgang fort. Du willst also leben, sagte Andre. Gut, du scheinst ein vernünftiger Mann zu sein. Ich werde dich jetzt loslassen, aber mein Dolch ist auf dein Herz gerichtet. Wenn du um Hilfe rufst, stirbst du auf jeden Fall. Er zog das Messer aus dem Gürtel, nahm vorsichtig den Arm vom Hals des Mannes und trat dann hastig einen Schritt zurück. Der Soldat blieb noch einen Augenblick wie erstarrt stehen und drehte sich dann langsam um. Andrei konnte seine Angst riechen. Du weißt, wer ich bin? fragte Andrei. Dimitri nickte. Sein Gesicht hatte alle Farbe verloren, er war fast verrückt vor Angst. Dann weißt du auch, dass ich dich töten und deine Seele verdammen kann, nur mit einem einzigen Blick. Dimitri nickte erneut. Jetzt bück dich nach deinem Speer, befahl Andrei, bevor deine Freunde auf der Mauer noch Verdacht schöpfen. Der Soldat gehorchte, wenn auch langsam und ohne Andrei aus den Augen zu lassen. Wahrscheinlich verstand er nicht, warum er überhaupt noch lebte. Wie viele Wächter sind noch da? fragte Andrei. Drei, antwortete Dimitri. Außer mir. Zwei auf den Mauern und einer oben im Turm. Das entsprach der Wahrheit. Andrei spürte es. Der Mann hatte viel zu viel Angst, um zu lügen. Einen der Posten oben auf der Mauer hatte er ausgeschaltet, aber gegen die Ausguckwache im Turm konnte er nichts unternehmen. Er vermutete jedoch, dass der Mann seine Aufmerksamkeit auf die weitere Umgebung der Burg konzentrieren würde. In dem fast vollkommen dunklen Hof konnte er ohnehin nichts erkennen. Also gut sagte er. »Ruf ihn herunter.« »Wen?« »Deinen Kameraden oben auf der Mauer,« antwortete Andrei, »der, mit dem du gerade gesprochen hast. Sag ihm, dass du seine Hilfe brauchst.« Der Mann zögerte einen Moment, drehte sich dann aber hastig herum und rief gehorsam nach seinem Kameraden, als Andrei eine drohende Bewegung mit dem Messer machte. »Savo, komm herunter, ich brauche deine Hilfe.« Er bekam keine Antwort, aber schon bald hörten sie Schritte, die hölzernen Stufen hinunterpoltern. Der Mann drehte sich hektisch zu André um. Wenn du mich tötest, wirst du dann meine Seele mit dir in die Hölle nehmen? fragte er stockend. Hätten die Worte André nicht bis ins Innerste erschreckt, dann hätte er darüber lachen können. So aber ließen sie ihn schaudern. Es war nicht das Messer in seiner Hand, das den Soldaten zu Tode erschreckt hatte. Er war es. Du wirst noch lange leben, wenn du vernünftig bist, antwortete er. Du interessierst mich nicht. Mach keinen Fehler und du wirst leben. Schritte näherten sich eine großgewachsene Gestalt selbst für Andrejs scharfe Augen nur als Schatten erkennbar kam quer über den Hof auf sie zu Andrej zog rasch das Schwert aus Dimitris Gürtel wich wieder in den Schatten zurück und wartete bis der zweite Wachtposten zu ihm gestoßen war es war beinahe zu leicht Andrej trat aus dem Schatten heraus und hob das Schwert der Mann erstarrte mitten in der Bewegung gut sagte Andrej ich sehe dass Teppisch nur vernünftige Männer in seiner Umgebung duldet wenn ihr vernünftig seid, geschieht euch nichts. Gibt es außer dem Hauptweg durch das Tor noch einen Weg aus der Burg? Dimitri schüttelte stumm den Kopf, doch Savo tat etwas ziemlich unüberlegtes. Er stürzte sich auf Andrei. Der machte einen Schritt zur Seite, schlug ihm die flache Seite des Schwertes gegen den Schädel und Savo fiel bewusstlos zu Boden noch bevor er sein Schwert auch nur halb aus der Scheide gezogen hatte. Das war nicht sehr vernünftig, sagte Andrei zu Dimitri gewandt. Ich werde alles tun, was ihr verlangt, Herr sagte Dimitri hastig. Gut, antwortete Andrei. Wie viele Soldaten sind auf der Burg? Nicht viele, antwortete Dimitri. Fünfundzwanzig höchstens dreißig und die meisten schlafen bereits, fügte er noch ungefragt hinzu. tebesch ich weiß nicht, wo er sich aufhält, behauptete Dimitri. Er würde ihn schon finden. Was im Augenblick zählte, war allein Maria hier herauszubringen. Er scheuchte Dimitri ein Stück zurück und rief dann mit gedämpfter Stimme Marias Namen. Er musste ihn drei- oder viermal wiederholen, bevor sie reagierte, dann aber kam sie mit schnellen Schritten über den Hof gelaufen. Sie beachtete weder den Bewusstlosen am Boden, noch Andrei oder seinen Gefangenen, sondern starrte den Gitterkäfig an, der in zwei Metern Höhe aufgehängt war. »Lasst ihn herunter!« Andrei war über diesen Wunsch nicht glücklich, aber er machte trotzdem eine Kopfbewegung in Richtung des Wachmannes. Der trat an eine hölzerne Konstruktion, die unweit des Tores an der Burgmauer befestigt war, und begann an einer Kurbel zu drehen. Es dauerte nicht lange, bis sich der Käfig zu Boden gesenkt hatte. Aufmachen! befahl André. Der Wächter nestelte einen Schlüssel von seinem Gürtel, ließ sich vor dem Käfig auf die Knie fallen und mühte sich mit dem Schloss ab, das schließlich mit einem schweren Klacken aufsprang. Plötzlich stieß Maria einen spitzen Schrei aus, war mit einem Sprung bei ihm und schleuderte ihn zu Boden. Mit bebenden Händen riss sie die Käfigtür auf, beugte sich hinein und versuchte nach der gekrümmten Gestalt darin zu greifen. Andre hörte sie scharf einatmen, als sie sich an einem der spitzen Metalldorn verletzte. Als er näher trat, um ihr zu helfen, stieg ihm ein süßlicher Blutgeruch in die Nase. Tief in ihm begann sich etwas zu rühren, ein Hunger, der zu unwiderstehlicher Gier anwachsen würde, wenn er ihm nachgab. Andrej kämpfte das Gefühl mit Mühe nieder, schob Maria mit sanfter Gewalt zur Seite und hob Dominikus verkrümmten Körper aus dem Käfig. Er schien fast überhaupt nichts zu wiegen. Noch einmal wurde der Blutgestank so übermächtig, dass er die loderne Gier in sich nur noch mit letzter Kraft unterdrücken konnte. Mit einem drohenden Blick schleuderte er Dimitri zur Seite, trug Dominikus zwei Schritte weit und legte ihn dann behutsam zu Boden. Der Inquisitor lebte noch. Die spitzen Metalldornen hatten ihm zahlreiche Wunden zugefügt, die sich zum Teil bereits entzündet hatten. Die glühende Sonne hatte seinen Körper ausgezehrt und seine Haut verbrannt. Es kam André fast wie ein Wunder vor, dass er nicht bereits verdurstet war. Dominikus, murmelte Maria entsetzt, oh mein Gott, was, was haben Sie dir angetan? Was ihm zusteht, murmelte André. Maria warf ihm einen zornigen Blick zu, beugte sich aber sofort wieder über ihren Bruder. André bereute plötzlich überhaupt etwas gesagt zu haben. Er empfand keinerlei Rachegelüste mehr beim Anblick des zerschlagenen, wimmernden Bündels, das sterbend in Marias Armen lag. Domenikus hatte den Tod und jede Sekunde Schmerz, die er litt, verdient. Aber André empfand bei diesem Gedanken nicht einmal Genugtuung. Er stirbt, schluchzte Maria. André, er stirbt. Bitte tu etwas. Du musst ihm helfen. Das kann ich nicht, sagte André. Ich weiß, was er dir angetan hat sagte Maria, Tränen liefen über ihr Gesicht. Ich weiß, dass du ihn hassen musst, aber ich flehe dich an. Hilf ihm. Das kann ich nicht, Maria, sagte André noch einmal. Bitte glaub mir. Es hat nichts damit zu tun, was er ist und was er getan hat. Ich hasse ihn nicht, nicht mehr. Er schüttelte traurig den Kopf. Ich, ich kann es nicht. Maria hatte seine Worte gar nicht gehört. Du kannst von mir haben, was du willst sagte sie unter Tränen. Bitte, André, tu es für mich, du, du kannst mich haben, ich gehöre dir, wenn du es willst, aber, aber hilf ihm, rette ihn! Bitte, Maria, murmelte André. Ihre Worte stimmten ihn traurig, aber sie weckten auch noch etwas in ihm, das ihm nicht gefiel und das er hastig unterdrückte. Ich kann es nicht, was immer dein Bruder dir über mich erzählt hat. Ich bin kein Zauberer. Er stirbt. Er zögerte einen Moment, obwohl er wusste, dass es ein Fehler war, fuhr er fort. Alles, was ich noch für ihn tun kann, ist sein Sterben zu erleichtern. Etwas in Marias Blick zerbrach. Es war ein Fehler gewesen. Du musst ihm helfen, beharrte sie, nun aber in einem veränderten Ton, der ihm einen eisigen Schauer über den Rücken laufen ließ. Andrej wandte sich an Dimitri. Hätte der Mann schnell genug reagiert, hätte er den Moment nutzen können, um zu fliehen, aber er stand noch immer reglos, zwei Schritte entfernt, und starrte Andrej und Maria aus geweiteten Augen an. Öffne das Tor, befahl er. Das darf ich nicht, stammelte der Wächter. Teppich wird! Öffne das Tor und dann lauf so schnell du kannst, wiederholte Andrei eine Spur schärfer. In kurzer Zeit lebt hier niemand mehr, auch dein Herr nicht. Dimitri starrte ihn noch einmal aus großen Augen an, dann fuhr er herum und stürzte zum Tor. Andrei wandte sich wieder zu Maria um. Du musst hier weg. Mehmets Krieger werden bald hier sein. Ich werde dich nicht schützen können, ich muss Frederik suchen. Maria nickte. Sie stand auf und legte in der gleichen Bewegung Dominikus Arm um ihre Schulter, um ihn ebenfalls in die Höhe zu ziehen. Er wimmerte leise vor Schmerz, hatte aber kaum die Kraft dazu. Warte, sagte André, ich helfe dir. Er trat auf sie zu und wollte nach Domenikus greifen, aber der sterbende Inquisitor entzog sich seiner Hand und versuchte sogar nach ihm zu schlagen. Rühre mich nicht an, Hexer, birgte er hervor. Er sterbe ich, ehe ich zulasse.« Lass mich deine gottlosen Hände besudeln! Dominikus, sagte Maria. Rühr mich nicht an, wiederholte ihr Bruder. Lieber sterbe ich! Maria machte einen einzelnen, wankenden Schritt. Sie taumelte unter Dominikus Gewicht, aber sie brachte es fertig, nicht darunter zusammenzubrechen. Noch nicht. Aber Abodun wartet mit ein paar Männern im Wald hinter der Burg, sagte André. Aber es ist viel zu weit bis dorthin. Er ist zu schwer für dich. Er ist nicht schwer antwortete Maria. »Er ist mein Bruder.« »Ich kann dir helfen, Herr.« Dimitri hatte den schweren Riegel zur Seite gewuchtet und kam zurück. Er atmete schwer. Im ersten Moment kam Andrei dieser Vorschlag vollkommen abwegig vor. Dann aber begriff er, dass der Mann um sein Leben redete. Er hatte gesagt, dass er ihm seine Seele stehlen würde, um ihn ein wenig zu erschrecken und gefügig zu machen. Aber der Soldat nahm jedes Wort ernst. »Du weißt, was geschieht, wenn du mich hintergehst,« fragte er ganz egal, wo du dich versteckst, ich würde dich finden. Ich weiß, Herr, stieß der Soldat hervor. Ich werde euch nicht belügen. Wenn Andrei jemals in die Augen eines Mannes geblickt hatte, der es ehrlich meinte, dann waren es die Dimitris. Er nickte. Gut, bring sie zu den Männern, die im Wald auf mich warten, und dann lauf weg. Dimitri wiederholte sein hektisches Nicken, dann ging er rasch zu Maria, griff wortlos nach Vater Dominikus und lud ihn sich auf die Arme. Maria seufzte erleichtert, und machte einen schwankenden Schritt zur Seite. Sie sah zu André auf, und wieder war in ihren Augen dieser Ausdruck, der André erschauern ließ. Da war nichts mehr. Wenn es zwischen ihnen jemals so etwas wie Liebe gegeben hatte, dann war sie erloschen, erstickt und für alle Zeiten ausgemerzt, unter all dem Hass und der Bosheit, die Teppisch über sie gebracht hatte. »Geh zu Abodun«, sagte er, »er wird dir helfen, und auch deinem Bruder. Sag ihm...« dass ich ihn darum bitte. Er zog sein Schwert und drehte sich wieder um. Seine Hände waren voller Blut. Er wusste, wo er Vlad Dracul finden würde. Als er die Eingangshalle des düsteren Gebäudes betrat, traf er auf die ersten Soldaten. Sie waren zu zweit, versahen ihren Dienst aber ebenso nachlässig wie ihre Kameraden auf dem Hof. Einer von ihnen schlief, als André hereinkam schrak aber hoch und griff nach seiner Waffe, der andere reagierte eine Winzigkeit schneller und stürzte sich mit erhobenem Speer auf ihn. Andrei tötete ihn mit einem blitzschnellen Schwertstreich, fuhr in der gleichen Bewegung herum und streckte auch seinen Kameraden nieder, doch bevor dieser sein Schwert ganz aus dem Gürtel gezogen hatte. Die beiden Männer starben schnell und lautlos, aber der Speer des einen fiel mit einem langen, nachhallenden Scheppern zu Boden, das im gesamten Gebäude zu hören sein musste. Andrei blieb mit geschlossenen Augen stehen und lauschte. Für seine unnatürlich geschafften Sinne hatte das Geräusch geklungen wie das Dröhnen einer großen Kirchenglocke, aber es folgte keine Reaktion. Als das Klingeln in seinen Ohren nachließ, ortete er jedoch andere Laute. Er hörte gleichmäßige Atemzüge anderer Männer, ein unregelmäßiges Schnarchen, die Laute von Körpern, die sich im Schlaf bewegten, hundert neue Sinneseindrücke und Informationen stürmten auf ihn ein, so schnell und mit solcher Wucht, dass er davon überrollt zu werden drohte. Ihm schwindelte. Es gelang ihm nur mit Mühe, sich gegen diese Flut von Geräuschen, Bildern und Gerüchen zu behaupten und sie schließlich so weit zurückzudrängen, dass er die für ihn wichtigen Informationen herausfiltern konnte. Noch immer waren Schreie zu hören, auch wenn sie jetzt mehr zu einem Wimmern geworden waren. Nicht sehr weit entfernt befanden sich vier oder fünf Männer, die schliefen, aber nicht sehr fest. Ein einziger Schrei oder ein verräterisches Geräusch konnte sie wecken. Er musste sie ausschalten. Sich einzig auf sein Gehör verlassend, fand Andrej nach kurzem Suchen den Raum, in dem sich die fünf Männer zur Ruhe begeben hatten. Er blieb vor der Tür stehen, presste das Ohr gegen das Holz und konzentrierte sich. Er konnte jetzt sogar riechen, was die Männer zu sich genommen hatten. Mindestens einer von ihnen war betrunken. Andrej öffnete lautlos die Tür, betrat den Raum und orientierte sich mit einem raschen Blick in die Runde. Sein Gehör hatte ihn nicht getäuscht. Fünf von Tepeschs Kriegern hatten sich auf dem nackten Boden ausgestreckt und schliefen. Sie waren komplett angezogen und hatten ihre Waffen griffbereit neben sich liegen. Er tötete sie alle. Drei der Männer starben im Schlaf. Die beiden anderen fanden zumindest noch Gelegenheit hochzuschrecken und nach ihren Waffen zu greifen. Aber vermutlich nicht mehr zu begreifen, was mit ihnen geschah. Keiner von ihnen fand Zeit, einen Schrei auszustoßen. Andrei verließ den Raum, ging in die Halle zurück und lauschte. Er hörte jetzt keine Atemzüge mehr, aber er spürte, dass sich noch weitere Männer im Haus aufhielten, mit den gleichen untrüglichen Instinkten, mit denen ein Raubtier die Nähe seiner Beute gespürt hätte, auch ohne sie zu hören oder ihre Witterung aufzunehmen. Der Gedanke beunruhigte ihn. Was das, wozu andere Menschen für ihn geworden waren? Beute? Und wenn es stimmte, was war er dann? Vielleicht hatte die Furcht, die diese Frage in ihm auslöste, ihn zu sehr abgelenkt. Vielleicht waren seine neu erworbenen Sinne auch unzuverlässig. Das nächste, was er hörte, war das Geräusch einer Tür, unmittelbar gefolgt von einem überraschten Laut und dem Scharren von Metall. André fuhr herum und sah sich vier weiteren, höchst wachen Kriegern gegenüber, die allerdings von seiner Anwesenheit mindestens ebenso überrascht waren, wie umgekehrt er von ihrem Auftauchen. Aber er überwand seine Überraschung schneller. André fuhr wie ein Dämon unter die Männer und tötete einen von ihnen schon mit seinem ersten ungestümen Angriff. Die drei anderen prallten erschrocken zurück, formierten sich aber sofort zu hartnäckigem Widerstand. Sie waren gut. André hatte alles vergessen, was er jemals über den Schwertkampf und ausgefeilte Techniken gelernt hatte. Er drosch und prügelte einfach mit ungebändigter Kraft auf seine Gegner ein, ohne Rücksicht darauf, ob er selbst getroffen wurde oder nicht, ob er selber traf oder was er traf. Ein zweiter Soldat fiel tödlich verletzt zu Boden. In den Augen der beiden anderen loderte plötzlich Angst auf. Statt zu tun, was ihnen ihr Kriegerinstinkt eingeben musste, statt ihn gemeinsam auf eine Art anzugreifen, die seine Raserei letztlich zum hilflosen Toben werden lassen würde, gerieten sie in Panik. André spürte einen scharfen Schmerz in der Seite, als ein Schwert in sein Fleisch stieß. Der Angriff war eine Verzweiflungstat, die den Mann seine eigene Deckung vernachlässigen ließ. André Schwert durchbohrte ihn. Er war tot, bevor sein Körper zu Boden fiel. Der letzte fuhr herum und stürzte durch die Tür davon. André setzte ihm nach, aber er kam nicht dazu, ihn einzuholen. Der Mann taumelte plötzlich und griff sich an den Hals. Als er zusammenbrach, sah André, dass seine Kehle verletzt war. Ein blutäugiger Riese in der Farbe der Nacht schwenkte sein blutiges Schwert. André griff ihn, ohne zu zögern, an. Sein Denken war ausgeschaltet. Er handelte ohne Plan, ohne Absicht, ohne Sinn. Er hatte sich in eine gnadenlose Tötungsmaschine verwandelt, die alles vernichten würde, was ihren Weg kreuzte. Sein Schwert zeichnete einen silbern funkelnden Dreiviertelkreis in die Luft und prallte mit solcher Gewalt auf die hochgerissene Klinge des schwarzen Riesen, daß blaue Funken aus dem Stahl stoben. Die Wucht seines eigenen Hiebes ließ André zurücktaumeln, schmetterte aber auch den schwarzen Riesen gegen die Wand und brachte ihn dazu, seine Waffe fallen zu lassen. André fing sein Stolpern ab, sprang in der gleichen Bewegung wieder vor und riss seine Klinge zum letzten entscheidenden Hieb in die Höhe. André, nein! Es war die Stimme des Piraten, die er erkannte, nicht sein ebenholzfarbenes Gesicht. André versuchte verzweifelt, den Hieb zurückzuhalten, aber es war zu spät. Alles, was er noch tun konnte, war die Klinge zur Seite zu reißen, Sie prallte unmittelbar neben Abuduns Gesicht mit solcher Gewalt gegen die Wand, dass sie zerbrach. Ein Schauer aus Metall- und Steinsplittern überschüttete Abudun und sprenkelte seine Wange mit winzigen roten Punkten. André taumelte einen Schritt zurück, ließ das geborstene Schwert fallen und starrte Abudun entsetzt an. Sein Herz hämmerte. »Abudun? Ich bin nicht ganz sicher,« antwortete der Pirat. Er hob die Hand, betastete seine Wange und blickte mit einem ärgerlichen Stirnrunzeln auf das Blut, das an seinen Fingerspitzen klebte. Bin ich tot oder ist das nur ein Albtraum? Für einen Moment habe ich mir tatsächlich eingebildet, dass du mich umbringen willst. Es tut mir leid, sagte André. Ich dachte, er brach ab, schüttelte verwirrt den Kopf und setzte neu an. Wie kommst du hierher? Jemand war so freundlich, das Haupttor zu öffnen, antwortete Abudun. »Maria, ich, sie ist unversehrt«, sagte Abudun rasch, »und ihr Bruder auch, auch wenn ich nicht weiß, ob es wirklich eine Gnade ist, ihn am Leben zu lassen.« »Nein«, antwortete Andrei, »das ist es nicht. Deshalb wollte ich, dass er lebt.« »Manchmal weiß ich nicht, wen ich mehr fürchten soll«, sagte Abudun, »dich oder euren Gott, der grausam genug ist, einen Mann, der sein Kleid trägt, mit solchen Wunden weiterleben zu lassen.« »Der Wächter? Memets Leute haben ihn am Leben gelassen, wenn du das meinst«, antwortete Abudun hart. Aber er wird nie wieder ein Schwert in die Hand nehmen. Er machte eine harsche Geste. Er hat erzählt, dass Weix leer steht. Mehmets Krieger sind bereits in der Burg. Niemand wird überleben. Hast du den Jungen gefunden? Nein, antwortete Andrei, aber ich weiß, wo er ist. Worauf warten wir dann noch? Die Burg halte vom Klirren der Schwerter und den Schreien der Kämpfenden und Sterbenden wieder. Wenn Dimitri die Wahrheit gesagt hatte, dann musste die Anzahl der Männer auf beiden Seiten ungefähr gleich groß sein. Mehmeds Männer hatten die Gelegenheit ergriffen, die Burg zu stürmen und ihrem Herrn eine Festung zu präsentieren, über der schon die Fahne der türkischen Heere wehte, wenn er sein Lager aufschlug. Andrej war fast sicher, dass sie siegen würden, aber es würde ein harter Kampf werden, denn ihre Gegner kannten sich in der Festung aus, und sie kämpften um ihr nacktes Überleben. Es war ihm gleich, wer gewann, und ob es Überleben auf einer der beiden Seiten gab. Es war nicht sein Krieg, es ging ihn nichts an. Er würde sich nicht weiter hineinziehen lassen, als es unbedingt notwendig war. Sie hatten die Treppe hinab zum Keller gefunden, denn es gab einen grausigen Wegweiser, die gellenden Schreie der Gefolterten, den sie nur zu folgen brauchten. Auf ihrem Weg hatten sich ihnen zweimal Soldaten des Drachenritters entgegengestellt, die sich ihnen mit dem Mut der Verzweiflung entgegenwarfen. Andrei hatte sie allesamt getötet. Er war erneut in diesen schrecklichen Blutrausch verfallen, in dem nur noch das Töten zählte, in dem er nicht mehr er selbst war, sondern nur noch ein, ein Ding, das vorwärts marschierte, unverwundbar, unaufhaltsam und gnadenlos. Dun war die ganze Zeit an seiner Seite gewesen, aber er hatte nicht ein einziges Mal sein Schwert gezogen. Sie hatten den Gang erreicht, an dessen Ende die vergitterte Tür zu Teppischs Folterkeller lag. Die Schreie waren wieder zu einem Wimmern herabgesunken, dem gepeinigten Schluchzen eines Kindes, das verzweifelt um Gnade winselte und doch wusste, dass sie ihm nicht gewährt werden würde. André wusste, wessen Stimme es war. Er hatte sie im ersten Moment erkannt, schon oben auf der Burgmauer, als er sie das erste Mal gehört hatte. Bisher hatte er sich nicht erlaubt, sie zu erkennen, aber jetzt konnte er die Augen vor der Wahrheit nicht länger verschließen. Es war Frederik, der schrie. Vor der Tür am anderen Ende des Ganges stand ein einzelner, sehr großer Mann, der ihn ruhig und ohne die mindeste Furcht entgegenblickte. Andrej kannte ihn. Es war Vlad, Tepeschs Vertrauter, den er in der Rolle des Drachenritters kennengelernt hatte. Er trug nun eine andere Rüstung, die aber kaum weniger barbarisch war als die Tepeschs, und Andrej spürte sofort, wie gefährlich dieser Mann war. Ich wusste, dass du kommst, Vampir, sagte Vlad. Ich habe schon eher mit dir gerechnet. Ich wurde aufgehalten, antwortete Andrej. Aber nun bin ich da. Er hob das Schwert, das er einem der Toten oben in der Halle abgenommen hatte. Gibst du den Weg frei oder muß ich dich töten? Kannst du es denn? fragte Vlad ruhig. Oder brauchst du die Hilfe deines heidnischen Freundes? Ihr seid zu zweit. Andrej machte eine Handbewegung. Abodun wird sich nicht einmischen. Wenn du mich besiegst, kannst du gehen. Oh ja, sagte Vlad höhnisch. Einen Mann, der nicht verletzt werden kann, ihn zu besiegen ist schier unmöglich. Es ist kein sehr gutes Angebot, das du da machst, Hexer. Dann gib den Weg frei, sagte Andrej. Und du lässt mich gehen? Fragte Vlad zweifelnd. Sein Blick irrte unstet zwischen Andrej und Abudun hin und her. Andrej konnte sehen, wie es hinter seiner Stirn arbeitete. Hinter der Tür schrie Frederik gellend und so gepeinigt auf, dass Andrei fast das Blut in den Adern gefror. Gib den Weg frei und du lebst, oder bleib stehen und stirb für deinen Herrn! Für Teppich? Blatt machte ein abfälliges Geräusch. Bestimmt nicht! Er steckte sein Schwert ein, lachte noch einmal kurz und bitter und ging dann hochaufgerichtet an Andrei vorbei. Andrei wartete, bis er zwei Schritte hinter ihm war. Dann drehte er sich herum, hob sein Schwert. Und stieß es flatt ins Herz. Der dunkelhaarige Riese kippte wie vom Blitz getroffen zur Seite, prallte gegen die Wand und sackte kraftlos zusammen. Dun keuchte. Warum hast du das getan? Weil er den Tod verdient hat, antwortete André. Er erschrak selbst vor der Kälte in seiner Stimme. Es war nicht die Wahrheit. Es stimmte, der Mann, der so oft in Teppichs Haut geschlüpft war, war kaum besser als sein Herr gewesen und hatte den Tod tausendfach verdient. Aber das war nicht der Grund, aus dem er ihn getötet hatte. Der wirkliche Grund war viel einfacher. Er hatte es gewollt. Aber Dun antwortete nicht. Er sah Andre nur an. In seinen Augen war etwas, das ihn an den Ausdruck in Marias Blick erinnerte und ihm fast ebenso große Angst machte. Hinter ihnen erscholl ein weiterer, noch gellenderer Schrei und Andre fuhr herum und stieß die Tür auf. Andre hatte gewusst, was sie sehen würden. Es war nicht das erste Mal, dass er hier war. Und trotzdem ließ der Anblick einen Nebel aus roter Wut vor seinen Augen aufsteigen. Tod. Er sah tot und er wollte tot. Der riesige Gewölbekeller war von flackerndem rotem Licht erfüllt. Die Luft roch nach Ruß und ätzendem Rauch, aber auch nach Blut und menschlichem Leid und Sterben. Die großen Metallkäfige, die den Keller unterteilten, waren nach wie vor besetzt. Aber Dun hatte nur einen kleinen Teil der Gefangenen befreit. In die Gitterkäfige waren noch mindestens hundert Männer eingepfercht. Keiner von ihnen rührte sich. Die Männer waren tot. Alle. Dieses Ungeheuer, murmelte Abudun. Seine Stimme zitterte. Dieses Tier. So etwas tut doch kein Mensch. Andrei hörte ihn nicht. Sein Blick war starr auf den Gitterkäfig links neben dem Eingang gerichtet. Tepeschs Folterkeller. Tepesch und Frederik waren allein. Es gab keine weiteren Wächter oder Soldaten. Tepesch hatte Andrei und Abudun den Rücken zugekehrt. Und beugte sich über einen hölzernen Tisch, auf dem eine kleine Gestalt festgeschnallt war. André konnte nicht genau erkennen, was er tat, aber Frederiks Schreie gelten spitz und unmenschlich hoch in seinen Ohren. Da cool schrie er. Teppisch fuhr hoch. Sein Gesicht war verzerrt, als er es André zuwandte. Er hielt ein Messer mit einer gezahnten, sonderbar gebogenen Klinge in der Hand, von dem Blut tropfte. André wagte sich nicht einmal vorzustellen, was er Frederik damit angetan hatte dracul schrie er noch einmal hör auf wenn du blut willst dann versuch dir meines zu holen er stürmte los es waren nur wenige schritte bis zur offenstehenden tür des folterkäfigs aber tepesch war ihr noch näher und er mußte wissen daß es um ihn geschehen war wenn es ihm nicht gelang die tür zu schließen er lief im gleichen moment los wie Andrej. er war der tür erheblich näher als andrei mußte allerdings erst die folterbank umkreisen auf der frederik festgebunden war aber er bewegte sich mit fast übermenschlicher Geschwindigkeit, und er würde es schaffen. andrej begriff mit entsetzlicher Klarheit, dass er nicht schnell genug sein würde. Er war noch vier Schritte von der Tür entfernt, Teppisch noch zwei. Da nahm er noch ein weiteres, aber entscheidendes Detail wahr. Die Tür hatte ein einfaches, aber sinnreiches Schloss, das es, einmal eingeschnappt, vollkommen unmöglich machte, es ohne den dazugehörigen Schlüssel zu öffnen. Teppisch würde es vor ihm schaffen, die Tür zu erreichen, vielleicht nur den Bruchteil eines Augenblicks aber er war schneller. Etwas flog mit einem hässlichen Geräusch an ihm vorbei, Teppisch keuchte, taumelte weniger als eine Armeslänge von der Tür entfernt, wie von einem gewaltigen Schlag getroffen zurück und prallte gegen die Gitterstäbe. Aus seiner linken Schulter ragte der Griff eines Dolches, den Abudun nach ihm geschleudert hatte. André sprengte die Tür mit der Schulter vollends auf, sprang über Teppisch hinweg und war mit einem Satz an dem gewaltigen Tisch, auf dem Frederik festgebunden war. Er erstarrte. Ihm wurde übel, als er sah, was Teppisch dem Knaben angetan hatte. Frederik schrie, er hatte die ganze Zeit über nicht aufgehört zu schreien, ein grässliches, ununterbrochenes Kreischen, das in Andres Ohren vibrierte. Er blutete aus fürchterlichen Wunden, die Teppisch ihm zugefügt hatte. André wusste, dass das Blut versiegen und die Wunden verheilen würden, aber was war mit den Verletzungen, die Teppisch seiner Seele zugefügt hatte? Frederik hörte auf zu schreien, aus seinem furchtbaren Kreischen, wurde ein nicht minder entsetzliches Schluchzen und Wimmern, während er den Kopf drehte und André aus Augen ansah, in denen sich unvorstellbare Pein mit vielleicht noch größerer Verzweiflung mengte. Die Unsterblichkeit hatte einen Preis, begriff André, und vielleicht war er zu hoch. "Hilf mir", wimmerte Frederik. "Bitte, hilf mir." Vielleicht war das das Schlimmste, was er ihm antun konnte. Es war dasselbe, was Maria von ihm verlangt hatte. Die vielleicht einzige Bitte, die er nicht erfüllen konnte. Er konnte nicht helfen, er konnte nicht heilen. Das Einzige, was er wirklich konnte, war zerstören. Hinter ihm erklang ein Schrei, dann ein Geräusch wie von dumpfen Schlägen. Er drehte sich nicht einmal herum. Zitternd streckte er die Hand aus, wie um Frederiks zerstörten Körper zu berühren, wagte es aber dann doch nicht, sondern ließ seine Finger wenige Zentimeter über seinem geschundenen Fleisch schweben, Frederiks Wunden begannen sich bereits zu schließen. Das Blut versiegte und sein Wimmern wurde leiser. Aber er hatte Schmerzen erlitten. Nichts konnte ihm die Qual nehmen, die der Drache ihm zugefügt hatte. Endlich erwachte Andrei aus seiner Erstarrung. Es war nicht viel, was er für Frederik tun konnte, aber immerhin dies. Er zog seinen Dolch aus dem Gürtel und durchtrennte mit vier schnellen Schnitten die breiten Lederbänder, mit denen Frederiks Hand und Fußgelenke gefesselt waren. Frederik seufzte hörbar, bäumte sich noch einmal auf dem Foltertisch auf und verlor endlich das Bewusstsein. Andrej schloss die Augen, versuchte den Sturm von Gefühlen niederzukämpfen, der in ihm tobte, und wandte sich dann um. Abodun hatte Teppisch in die Höhe gezerrt und das Messer aus seiner Schulter gerissen. Teppisch blutete heftig, wehrte sich aber trotzdem nach Kräften, aber der hühnhafte Riese hielt ihn so mühelos fest, wie ein Kind eine Gliederpuppe gehalten hätte. Wache Wache hierher! Gib dir keine Mühe, sagte André kalt, es ist niemand mehr da. Er zog seinen Dolch aus dem Gürtel und trat näher, doch Abudun schlug ihm schnell das Messer aus der Hand. Nein! Mehmet will ihn lebend. Er lachte grollend. Falls es dir ein Trost ist, er wäre dir vermutlich dankbar, wenn du ihn töten würdest. Mehmet weiß, was er Selig und seinen Männern angetan hat. Andre wusste, dass er recht hatte. Der Sultan hatte ihn nicht aus Barmherzigkeit befohlen, ihn Vlad Teppisch lebendig zu übergeben. Wenn er Rache wollte, dann bestand seine furchtbare Aufgabe darin, Dracul an die Türken auszuliefern. Die Grausamkeit der Muselmanen war bekannt. Und trotzdem kostete es ihn seine gesamte Kraft, sich nicht auf Teppisch zu stürzen und ihm das Herz aus dem Leib zu reißen. Fessle ihn, sagte er, und stopf ihm das Maul, damit ich sein Gewimmer nicht hören muss. Aboudun machte sich die Sache einfacher. Er schlug täppisch die geballte Faust in den Nacken. Der brach bewusstlos in seinen Armen zusammen. Bring ihn raus, sagte André. Ich kann ihn nicht mehr sehen. Frederik erwachte kurze Zeit später. Seine Wunden hatten sich geschlossen und sein Gesicht hatte nicht mehr dieses schreckliche Totenweiß. Als er die Augen öffnete, wirkte sein Blick verloren. Dann kehrte die Erinnerung in seine Augen zurück. Und damit der Schmerz. Was, begann er, bleib einfach regen, unterbrach ihn André. Er versuchte aufmunternd zu lächeln, spürte aber selbst, dass es ihm nicht überzeugend gelang. Du wirst noch eine Weile brauchen, um dich zu erholen. Es hat wehgetan, flüsterte Frederik. So, so entsetzlich weh. Ich weiß, antwortete André, Aber nun ist es vorbei. Du hast ihn getötet, vermutete Frederik. Andrei zögerte einen winzigen Moment. Nein, sagte er dann, aber er wird dir nichts mehr tun. Abudun hat ihn weggebracht. Wohin? Der Sultan will ihn haben, antwortete Andrei, lebend. Ich könnte mir vorstellen, was er mit ihm anstellen wird, aber ich glaube, ich will es lieber nicht. Frederik versuchte sich aufzurichten. Er brauchte drei Ansätze dazu, aber Andrei unterdrückte den Impuls, ihm zu helfen. Frederik war durch die Hölle gegangen und tat es vermutlich noch, aber das war ein Weg, den er allein gehen musste. »Er hat gesagt, dass, dass er mein Geheimnis ergründen will«, sagte er. Sein Blick war ins Leere gerichtet, aber es musste eine von Pein und unvorstellbarem Leid erfüllte Leere sein. »Indem er dich foltert?« »Es war meine Schuld«, flüsterte Frederik. »Ich habe es ihm verraten.« »Was?« »Unser Geheimnis.« Frederiks Stimme zitterte leicht. »Dass man sterben muss, um ewig zu leben. Er sagt es, dass der Schmerz der Bruder des Todes ist. Er wollte so werden wie ich. Er er hat gesagt, dass, dass er das Geheimnis ergründen wird, wenn... wenn...« Seine Stimme versagte. »Ich weiß, was du meinst«, sagte Andrei. »Hat er recht?« fragte Frederik. »Er ist vollkommen wahnsinnig«, sagte Andrei. »Keine Angst.« er wird nie wieder jemandem Leid zufügen. Er machte eine aufmunternde Kopfbewegung. Kannst du aufstehen? Statt zu antworten versuchte Frederik es. Es bereitete ihm Mühe und er stand im ersten Moment ein wenig wackelig auf den Beinen, aber er stand. Was ist mit Maria? Sie ist in Sicherheit, antwortete André knapp. Komm. Frederik sah ihn kurz und verwirrt an. Vielleicht war ihm der sonderbare Ton aufgefallen, in dem André geantwortet hatte. Aber wahrscheinlich wusste er, was geschehen war. Sie verließen den Keller. Frederik konnte sich nur langsam bewegen. Auf der Treppe musste Andrei ihm schließlich doch helfen, obwohl Frederik es weiter hartnäckig ablehnte. Er erholte sich nur langsam. Was Teppisch ihm angetan hatte, musste fast zu viel gewesen sein. Aus einem entfernten Teil der Burg wehte noch immer Kampflärm heran, aber Weix war bereits gefallen. Gut die Hälfte von memets Kriegern hatte sich bereits wieder im Hof versammelt. Etliche von ihnen waren verletzt, aber soweit André es beurteilen konnte, schienen sie keine Verluste zu beklagen. Abudun und sein Gefangener befanden sich unweit des Tores, umgeben von vier oder fünf türkischen Kriegern. Tepesch's Schulter blutete noch immer, wenn auch nicht mehr so heftig wie zuvor. Niemand hatte sich die Mühe gemacht, ihn zu verbinden, aber seine Hände waren auf dem Rücken gefesselt. Seine Nase blutete. André war ziemlich sicher, dass es nicht von dem Schlag kam, den Abudun ihm versetzt hatte. Vielleicht sollten wir ihn in eine seiner eigenen Zellen sperren, sagte er, wenigstens so lange, bis Mehmet hier ist. Bevor Abudun antworten konnte, drehte sich einer der Krieger zu ihm herum, der gleiche Mann, der schon vorhin mit ihm gesprochen hatte. Unser Herr hat befohlen, ihn sofort zu ihm zu bringen, sagte er, und euch auch. Uns? Abudun zog die Augenbrauen zusammen. Wir haben vereinbart, dass wir ihm Teppich übergeben, protestierte Andrei, lebend. Das haben wir getan, oder etwa nicht? Davon weiß ich nichts antwortete der Krieger ungerührt. »Ich habe meine Befehle. Wir retten sofort.« »Das war nicht vereinbart,« begehrte Abudun auf. »Willst du das Wort deines Herrn brechen, du Hund?« Mehmeds Krieger wirkte für einen Moment unschlüssig. Dann drehte er sich mit einem Ruck herum und wechselte einige Worte in seiner Muttersprache und sehr harschem Ton mit einem seiner Begleiter. Der Mann fuhr herum und lief aus dem Tor. »Also gut,« sagte der Türke, »ich habe einen Mann losgeschickt, um neue Befehle zu holen.« aber es wird eine Weile dauern, bis er zurück ist, er starrte Teppisch hasserfüllt an. Wir müssen ihn einsperren, schon zu seiner Sicherheit. Ich weiß nicht, wie lange ich ihn vor dem zorn meiner Männer schützen kann. Seine Miene verdüsterte sich. Oder ob ich es überhaupt tun sollte. Sperrt ihn in den Käfig ein, schlug Frederik vor. Soll er von seiner eigenen Mahlzeit kosten, oder gib mir ein Messer und lasst mich mit ihm allein. Steckt ihn in den Käfig, sagte André. Dort ist er zumindest in Sicherheit er ließ absichtlich offen, vor wem. Die Krieger sahen unschlüssig aus, aber dann nickte der Mann, der mit Andre gesprochen hatte. Zwei osmanische Soldaten packten Teppisch und zerrten ihn zu dem Gitterkäfig, um ihn grob hineinzustoßen. Teppisch keuchte vor Schmerz, als er sich an den spitzen Metalldornen verletzte. Die Männer warfen die Tür hinter ihm zu und der Käfig wurde an seiner Kette in die Höhe gezogen. »Wo habt ihr Maria hingebracht?« fragte Andrei an Abudun gewandt in den Wald, unweit der Stelle, an der wir auf dich gewartet haben, antwortete Abudun. Ich muss zu ihr, kümmere dich um Frederik. Andrej wartete Abuduns Antwort nicht ab, sondern ging unverzüglich los, aber er kam nur wenige Schritte weit. Einer der türkischen Soldaten vertrat ihm den Weg und zwei weitere schoben sich unauffällig in seine Richtung. Was soll das?, fragte Andrej scharf. Seine Hand senkte sich auf den Schwertknauf, ohne dass er sich der Bewegung auch nur bewusst gewesen wäre. Die Männer antworteten nicht, aber sie gaben auch den Weg nicht frei. André zog die Hand mit einer sichtbaren Anstrengung wieder zurück und entspannte sich. Er hatte kein Recht zornig zu sein. Dass diese Männer mit ihm hergekommen waren und gegen seine Feinde kämpften, bedeutete nicht automatisch, dass sie seine Freunde waren. Abodun, frederik und er waren ebenso Gefangene wie Tepesh, mit dem Unterschied vielleicht, dass auf sie nicht der sichere Tod wartete. Jedenfalls hoffte er das. Der Himmel hatte sich wieder zugezogen, seinem Gefühl nach musste einige Zeit verstrichen sein, bis er Hufschläge hörte. Es war kein einzelnes Pferd, das zurückkam, sondern ein ganzer Trupp Reiter, die in scharfem Galopp herangesprengt kamen. Andrei hörte sie schon eine geraume Weile, bevor die anderen das Hämmern der näherkommenden Pferdehufe wahrnahmen, ein dumpfes Grollen, das an den Donner eines entfernten Gewitters erinnerte und beinahe mehr zu spüren als zu hören war. Es war eine große abteilung mindestens fünfzig reiter schätzte Andrei, wenn nicht mehr und er war nicht überrascht als er sultan Mehmet selbst an der spitze des kleinen heeres auf den hof sprengen sah Mehmet glitt aus dem sattel noch bevor sein pferd ganz zum stehen gekommen war wechselte einige worte mit dem soldaten der ihm entgegeneilte und ging dann mit schnellen schritten auf den käfig mit Teppich zu auf eine knappe geste hin ließen seine männer den käfig herunter machten aber keine anstalten die tür zu öffnen und auch Mehmet selbst stand einfach nur da und starrte Tepesch an. André wollte zu ihm gehen, aber Abudun legte ihm rasch die Hand auf den Unterarm und schüttelte den Kopf. Er sagte nichts. Der Osmane blieb lange so stehen, dann drehte er sich herum und kam mit langsamen Schritten auf sie zu. Das ist also der berüchtigte Vlad Tepesch, der Pfähler, sagte er kopfschüttelnd. Seltsam! Ich hätte erwartet, dass er drei Meter groß ist und Hörner und einen Schweif hat, aber er sieht aus wie ein ganz normaler kleiner Mann. Der erste Eindruck täuscht manchmal", sagte André kühl. Er merkte sofort, dass dieser Ton bei Mehmet nicht verfing. Der Sultan sah ihn eine ganze Weile nachdenklich und mit undeutbarem Ausdruck an. Dann sagte er: "Ja, das scheint mir auch so. Wir haben getan, was wir versprochen haben", sagte Abudun. Teppisch ist euer Gefangener und Burgweix gehört euch. Das war zwar nicht abgesprochen." Aber nehmt es als zusätzliche Gabe. Wie ungemein großzügig, sagte Mehmet spöttisch. Trotzdem, ich fürchte, ich muss euer Geschenk ablehnen. Die Burg interessiert mich nicht, sie hat keinen strategischen Wert für uns, und der Aufwand, sie niederzureißen, wäre zu groß. Und die Stadt? fragte André Petershausen. Es ist, wie du sagtest, antwortete Mehmet, sie ist bedeutungslos. Viele meiner Männer würden sterben, wenn wir diese Stadt erobern, von der nie jemand etwas gehört hat. Mein Herr hat bereits angehalten. Sobald wir wieder zu ihm gestoßen sind, setzen wir unseren ursprünglichen Weg fort. Wir wollten den Fehler. Wir haben ihn. Durch uns, ja, sagte Andrei. Warum werden wir noch hier festgehalten? Wir haben unseren Teil der Abmachung eingehalten. Jetzt verlange ich, dass auch du deinen Teil einhältst. Du verlangst? Mehmet lächelte dünn. Ich wüsste nicht, was du zu verlangen hättest. Das hat er auch nicht so gemeint sagte Abudun hastig Verzeiht ihm Herr aber ich er hat es ganz genau so gemeint fiel ihm Mehmet ins Wort leise und ohne Andre aus den Augen zu lassen und er hat recht was würde mich von einer kreatur wie teppesch unterscheiden wenn ich mein wort nicht hielte niemand würde es merken sagte andré aber ich wüsste es mehmet schüttelte den kopf ihr dürft gehen es sei denn ihr wollt bleiben um teppesch hinrichtung beizuwohnen ich habe genug Blut gesehen. Dann geht, sagte Mehmet, und nehmt noch einen letzten Rat von mir an. Geht nicht nach Westen, wenn wir uns noch einmal gegenüberstehen sollten, dann als Feinde. Er wandte sich mit erhobener Stimme an seine Männer. Wir brechen auf in die Sättel und bringt den Gefangenen. Er sprach an Andre gewandt weiter. Wartet, bis wir weg sind, dann könnt ihr gehen, wohin ihr wollt. Danke, sagte Andre. Ihr seid ein Mann von Ehre, Mehmet. »Und ein Mann, der zu seinem Wort steht«, fügte Mehmet hinzu. Da war etwas wie eine Drohung in seiner Stimme, die Andrei nicht mehr überhören konnte, so gerne er es auch gewollt hätte. Er drehte sich herum und ging zu seinem Pferd. Zwei seiner Männer hatten Teppisch aus dem Käfig gezerrt und stellten ihn grob auf die Füße. Ein dritter ging, um ein Pferd zu holen, das Mehmet offenbar schon für den Gefangenen mitgebracht hatte. Und plötzlich war eine kleine, schlanke Gestalt hinter ihnen. Dun sog erschrocken die Luft zwischen den Zähnen ein und André schrie verzweifelt: "Frederik, nein!" Aber es war zu spät. In Frederiks Hand blitzte ein Messer, die grässliche gezahnte Klinge, mit der Teppisch ihn im Keller gefoltert hatte. André hatte es nicht einmal bemerkt, doch Frederik musste sie aufgehoben und unter seiner Kleidung versteckt haben, zweifellos, um sie genau in einem Moment wie diesem zu benutzen. Er tat es mit unglaublicher Präzision und Kaltblütigkeit. Einer der beiden Türken schrie auf, als Frederik die Klinge tief durch das Fleisch seiner Wade zog, der andere taumelte mit einer hässlichen Schnittwunde im Unterarm davon, noch bevor sein Kamerad ganz zu Boden gestürzt war, dann warf sich Frederik mit einem Schrei auf Teppisch. Die Klinge sirrte mit einem Laut durch Luft und Fleisch, wie ihn vielleicht eine Feder verursachen mochte, die schnell durch ruhiges Wasser gezogen wurde. Teppisch fiel lautlos nach hinten, sein Kopf war fast abgetrennt. Frederick ließ das Messer fallen, seine Zähne gruben sich tief in Teppischs Hals. Für die Dauer eines Herzschlages schien die Zeit einfach stillzustehen. Mehrere von memets Kriegern waren losgerannt, doch selbst diese abgehärteten Männer prallten entsetzt zurück, als sie sahen, was der Junge tat. Einzig Andrei und Mehmet bewegten sich auf Frederick und Teppesch zu, so schnell sie konnten. André war ihm deutlich näher, aber Mehmet saß bereits auf seinem Pferd und sprengte rücksichtslos durch die Reihe seiner eigenen Männer hindurch. Er erreichte Frederik und Dracul den Bruchteil eines Augenblicks vor André. Sein Schwert fuhr in einem geraden, ungemein wuchtigen Stich nach unten und durchbohrte Frederik und Teppisch gemeinsam. Frederik hörte auf, sich zu bewegen, und lag plötzlich still. Teppisch bäumte sich noch einmal auf und öffnete den Mund zu einem Schrei, der lautlos verhallte. Im letzten Moment, bevor er starb, sah er André noch einmal an und in seinen Augen ein Ausdruck, der Andrei einen eisigen Schauer über den Rücken laufen ließ. Dann sank sein Kopf zurück und er war tot. Mehmet sprang mit einem Fluch aus dem Sattel. Andrei ließ sich neben Frederik auf die Knie fallen und wälzte ihn von Teppich herunter auf den Rücken. Frederiks Augen standen weit offen und waren ohne Leben. Die tiefe Wunde in seiner Brust blutete noch, aber Andrei sah, dass das Schwert sein Herz verfehlt hatte. Warum hat er das getan? brüllte Mehmet. Er war außer sich vor Zorn. Hast du es ihm gesagt? War es dein Befehl? Andrei hob Frederiks leblosen Körper auf die Arme und stand auf. teppich hat ihn gefoltert, sagte er leise. Unten in seinem Keller. Ich wusste, dass es schlimm war, aber ich wusste nicht, dass, dass er ihn so sehr hasst. Er war noch ein Kind. Mehmets Blick tastete über teppichs aufgerissene Kehle, dann über Frederiks blutverschmierte Lippen und dann wieder hinab zu Teppischs Gesicht. Ein Kind, murmelte er. Ja, vielleicht. Aber vielleicht ist es gut, dass aus diesem Kind niemals ein Mann wird. Gewährt ihr mir noch eine letzte Bitte? fragte Andrei. Mehmet sah ihn fragend an. Ich möchte ihn begraben, sagte Andrei. Drüben im Wald, nicht auf diesem blutgetränkten Boden. Er hat getötet, aber er war noch ein Kind. Vielleicht hat Gott ein Einsehen mit seiner Seele und lässt Gnade vor Recht ergehen. Mehmet verzog angewidert die Lippen. Tu, was du willst, sagte er. Er steckte sein Schwert ein, sprang in den Sattel und zwang das Pferd mit einer so brutalen Bewegung heran, dass das Tier ein erschrockenes Wiehern ausstieß und auszubrechen versuchte. Wir brechen auf, rief er. Bring Teppes Kopf mit. Ich will ihn morgen auf meiner Zeltstange haben, wenn wir unser Lager aufschlagen. Seine Männer schwangen sich rasch in die Sättel. Einer der Krieger trennte mit einem Hieb Tepeschs Kopf ab und stieg dann ebenfalls auf sein Pferd, wobei er Tepeschs abgeschlagenes Haupt wie eine Trophäe an den Haaren schwenkte. Zwei andere gossen Öl über Tepeschs kopflosem Leib aus und steckten ihn in Brand. Die Flammen brannten so hoch und heiß, dass Andrei einige Schritte zurückweichen musste. Der Gestank von brennendem Fleisch stieg ihm in die Nase und weckte Übelkeit in ihm. Trotzdem blieb er reglos stehen, während sich die Männer vor ihm zu lang Reihen formierten und dann in scharfem Tempo aus dem Tor ritten. Als die letzten Hufschläge verklangen, öffnete Frederik die Augen und sagte, »Du kannst mich jetzt runterlassen.« André setzte ihn behutsam zu Boden und trat einen Schritt zurück. Er versuchte, in Frederiks Augen zu lesen, aber es gelang ihm nicht. »Du Wahnsinniger«, keuchte Abudun, »warum hast du das getan?« »Du hättest uns alle umbringen können, ist dir das klar?« »Habe ich aber nicht, oder?« Frederik drehte sich mit einem Achselzucken um und sah in die Flammen, die Teppischs Körper verzehrten. Rotes Licht spiegelte sich auf seinem Gesicht und verlieh ihm das Aussehen eines Gehäuteten. »Der Einfall mit dem Begraben war nicht schlecht?« sagte er spöttisch. »Einen Moment lang hatte ich wirklich Angst, dass sie mich auch verbrennen würden, oder ob er nicht noch Platz für einen zweiten Kopf auf seiner Zeltstange hätte.« aber ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann, Delani. Andrei zog sein Schwert. Die Bewegung war sehr vorsichtig, aber sie verursachte trotzdem ein winziges Geräusch, das Frederiks übermenschlich scharfe Sinne wahrnahmen. Denn er drehte sich langsam zu ihm herum, betrachtete erst das Schwert und sah dann zu Andrei hoch. Er lächelte. Was willst du jetzt tun, Delani? fragte er mich töten mir den kopf abschlagen oder mir das schwert ins herz stoßen andré antwortete nicht er starrte frederik nur an und das schwert in seiner hand begann zu zittern was was meint er damit murmelte abudun stockend was meint er damit andré du kannst mich töten fuhr frederik fort ich weiß dass ich unterliegen würde du kannst mich besiegen du kannst mich umbringen verdammt hexenmeister was bedeutet das herrschte ihn Abudun an. »Aber dann würdest du auch Frederik töten,« fuhr Frederik fort. »Er ist noch in mir, weißt du. Ich kann ihn spüren, ich kann ihn hören.« Er wimmert. »Er hat Angst, so große Angst.« »Hör auf,« flüsterte Andrei. Das Schwert in seiner Hand begann immer heftiger zu zittern. Es wäre leicht, so leicht, eine winzige Bewegung, ein blitzschneller Streich und alles wäre vorbei. Gräme dich nicht, Delani, sagte Frederik König. Seine Angst wird vergehen. Bald wird er genießen, was ich ihn lehren kann. Du musst dich entscheiden, Delani. Was ist größer? Dein Hass auf mich oder die Liebe zu Frederik? Nein, murmelte Abodun erschüttert. Das, das kann nicht sein. Sag, dass ich mir das nur einbilde. André antwortete auch jetzt nicht. Er sah den Jungen an aber er sah ihn nicht wirklich, sondern nur das loderne böse Feuer in seinen Augen. »Entscheide dich«, verlangte Frederik noch einmal, »töte mich oder geh.« »Das werde ich für dich tun«, sagte Abudun. Er wollte sein Schwert ziehen, aber Andrei hielt ihn mit einer raschen Bewegung ab und schüttelte den Kopf. Abudun sah ihn vollkommen verständnislos an, aber dann nahm er die Hand vom Schwert. »Dann solltet ihr jetzt gehen«, sagte Frederik. »Die Verstärkung, nach der geschickt wurde, muss bald hier sein. Und es sind keine musulmanischen Krieger mehr hier, um für euch zu kämpfen.« Andrei steckte sein Schwert ein. Seine Hände zitterten nicht mehr. Er empfand keine Wut, keinen Hass, nicht einmal Verzweiflung oder Trauer, sondern etwas vollkommen Neues, Schlimmes, für das er noch kein Wort gefunden hatte. Wortlos drehte er sich um und ging davon. Aboudun blieb stehen, folgte ihm dann hastig und passte sich seiner Geschwindigkeit an, als sie durch das Tor traten und die Burg verließen. Auch er schwieg, bis sie die Burg halb umrundet hatten und sich der schwarzen Mauer näherten, zu der die Nacht den Waldrand gemacht hatte. Erst dann fragte er: Willst du es mir erklären? Was sollte er erklären? Andre hatte keine Antworten, sondern nur eine Frage: Was hatten Sie erschaffen? Was hatten Sie erschaffen?